Ich brauchte Dunkelheit. In dieser Sommernacht aber schien ein Halbmond immer wieder zwischen den Wolkenlücken hindurch und brachte mich aus der Ruhe. Ich hatte zwei Ledertaschen auf dem kleinen Hügel gebracht, der die nördliche Grenze meines Anwesens bildete. Mit Fiffhayden, so hieß es, hatte mich König Orfred für meine Dienste bei Athendon belohnt, wo wir auf einem langen grünen Bergrücken das dänische Heer aufgerieben hatten. Es war ein Kampf Schildwall gegen Schildwall gewesen, und an seinem Ende war Orfred wieder König, und die Dänen waren geschlagen, und Wessex war wieder auferstanden. Ich kann sagen, dass ich zu all dem mehr getan habe als die meisten anderen Kämpfer. Meine Frau war umgekommen, mein Freund war umgekommen, ein Speer hatte sich in meinen rechten Oberschenkel gebohrt, und meine Belohnung war Fifth Hayden. Es war kaum genug Land, um die vier Sklavenfamilien zu ernähren, die den Boden beackerten und im Kennet fischten. Ich hasste Alfred. Er war ein jämmerlicher, frömmlerischer, geiziger König, der mir misstraute, weil ich kein Christ war, weil ich aus dem Norden kam und weil ich ihm in Athenden sein Königreich zurückerobert hatte. Und meine Belohnung dafür war für Faden. Der Bastard. Also hatte ich die zwei Taschen auf den niedrigen Hügel gebracht, der von Schafen abgeweidet worden war, und auf dem mächtige graue Felsblöcke lagen, die weiß schimmerten, wenn der Mond hinter den dichten Wolken hervorkam. Ich hockte mich neben einen dieser riesigen Steine, und Hild kniete neben mir. Zu dieser Zeit war sie meine Frau. Früher hatte sie als Nonne in Sippenham gelebt. Aber dann hatten die Dänen die Stadt eingenommen und sie zur Hure gemacht. Manchmal hörte ich sie nachts beten, Ihre Gebete bestanden bloß aus Tränen und Verzweiflung. Und ich vermutete, sie würde schließlich zu ihrem Gott zurückkehren. Doch im Moment war ich ihre Zuflucht. Warum warten wir noch? fragte sie. Ich legte einen Finger auf meine Lippen, damit sie schwieg. Ihr Gesicht war lang und schmal, mit großen Augen, und unter einem abgetragenen Tuch verbarg sie goldglänzendes Haar. Ich hielt es für eine Verschwendung, dass sie Nonne war. Alfred dagegen wollte sie zurück im Kloster wissen. Der Bastard! Ich wartete, um sicher zu sein, dass uns niemand sah. Aber das war unwahrscheinlich, weil die Leute sich nachts nicht gerne herauswagen, denn in der Finsternis treiben schreckliche Erscheinungen ihr Unwesen. Hild klammerte sich an ihr Kruzifix. Aber ich fühlte mich wohl im Dunkeln. Schon als Kind hatte ich gelernt, die Nacht zu lieben. Ich war ein Shadowgängen, ein Schattenwandler, eine von den Kreaturen, vor denen sich andere fürchteten. Ich wartete lange, bis ich ganz sicher war, dass sich außer uns niemand auf der Hügelkuppe befand. Dann zog ich Wespenstachel, mein Kurzschwert, und stach eine eckige Grassode aus, die ich neben mich legte. Darauf grub ich mich tiefer in den Grund und häufte die lose Erde auf meinen Umhang, bis ich eine Grube ausgehoben hatte, in der man ein Kind hätte beerdigen können. Wir legten die beiden Taschen hinein. Das war mein Hort, mein Silber und mein Gold. Danach bedeckten wir den Hort mit Sand, stampften den Boden fest und legten die Sode wieder an ihren Platz. "Alfred, sagt, du musst hier bleiben", meinte sie. »Olfred soll seine Pisse trinken." sagte ich und ich hoffe, der Bastard erstickt dran. Aber er würde wahrscheinlich auch so bald genug sterben, denn Alfred war ein kranker Mann. Er war erst 29 Jahre alt, acht Jahre älter als ich es war, doch er sah fast wie 50 aus. Und keiner von uns gab ihm noch mehr als zwei oder drei Jahre. Immerzu jammerte er über seine Bauchschmerzen, rannte zum Scheißloch oder zitterte im Fieber. Hild legte ihre Hand auf die Grassode, unter der ich den Hort vergraben hatte. Bedeutet das, dass wir nach Wessex zurückkehren werden? fragte sie. Es bedeutet, sagte ich, dass kein Mann mit seinem Hort reist, wenn Feinde in der Nähe sind. Hier ist er sicherer. Und wenn wir überleben, kommen wir und holen ihn. Und wenn ich sterbe, dann holst du ihn. Am nächsten Morgen stiegen wir auf die Pferde und ritten nach Osten. Wir wollten nach Londain, denn in Londain nehmen alle Straßen ihren Anfang. Es war das Jahr 878. Ich war 21 Jahre alt und ich glaubte, mit meinen Schwertern die ganze Welt erobern zu können. Ich war Utrecht von Bebernburg, der Mann, der an einem Meeresstrand Oberlotbroxon getötet und bei Athenden Swain vom weißen Pferd aus dem Sattel geworfen hatte. Ich war der Mann, der Orfred sein Königreich zurückgegeben hatte und ich hasste ihn. Also würde ich ihn verlassen. Mein Weg war der Weg des Schwertes. Und er würde mich nach Hause bringen. Ich würde nach Norden gehen. London ist die größte Stadt auf der ganzen britannischen Insel, und mir haben seine halb zerfallenen Häuser und seine geschäftigen Gassen immer gut gefallen. Dennoch blieben Hild und ich nur zwei Tage. Wir übernachteten in einem sächsischen Gasthaus der Neustadt, die sich westlich der verfallenden römischen Gemäuer ausbreitete. Zu dieser Zeit gehörte die Stadt zu Merzien, und die Dänen hatten einen Teil ihres Heeres hier liegen. Die Bierschwämmen waren voller Händler und Fremder und Schiffsführer, und es war ein Kaufmann namens Torkild, der uns eine Überfahrt nach Nordumbrien anbot. Ich erzählte ihm, mein Name sei Ragnarsson, und er glaubte mir weder, noch stellte er mir Fragen, sondern wollte uns für zwei Silbermünzen mitnehmen, wenn ich mich an eines seiner Ruder setzte. Ich war ein Sachse, doch ich war bei den Dänen aufgewachsen, und deshalb beherrschte ich ihre Sprache. Also nahm Torkild an, dass ich Däne war. Mein prächtiger Helm, mein Kettenhemd und die zwei Schwerter verrieten ihm, dass ich ein Krieger war und er musste vermuten, ich sei als Angehöriger der unterlegenen Seite auf der Flucht. Aber er brauchte Ruderer. Wir liefen bei Ebbe aus, das Schiff beladen mit Leinenballen, Öl aus dem Frankenreich, Biberpelzen, vielen guten Sätteln und Ledersäcken mit kostbarem Senf und Kümmel. Jede Nacht unterbrachen wir die Fahrt und suchten uns einen Platz, an dem wir Anker warfen. Unterwegs sahen wir Dutzende von anderen Schiffen, alle waren länger und schlanker als Thorkilds Boot. Es waren dänische Kriegsschiffe, und sie waren auf dem Weg nach Norden. Ich vermutete, dass damit Männer aus Gothrums unterlegenem Heer zurück nach Dänemark flüchteten, aber vielleicht auch nach Friesland, oder wo immer es leichtere Beute zu machen gab als in Orfreds Wessex. Thorkild war ein großer, schwermütiger Mann, der annahm, er sei ungefähr 35 Jahre alt. Er flocht sein ergrauendes Haar, so daß es in langen Zöpfen bis zu seiner Mitte herabhing. Herrscht dort immer noch Rixig? erkundigte ich mich. Er schüttelte den Kopf. Jetzt sitzt dort ein Mann namens Egbert auf dem Thron. Und wer regiert Nordumbrien in Wirklichkeit? Wir natürlich, sagte er. Und meinte die Dänen. Die Dänen setzten in den Ländern, die sie erobert hatten, oft einen gefügigen Sachsen auf den Thron. Damit verlieh er der dänischen Besatzung einen Anstrich von Gesetzmäßigkeit. Doch der wahre Herrscher war Graf Ivar, der Däne, der über das meiste Land im Umkreis der Stadt gebot. Es ist Ivar Ivarsson, erklärte mir Thorkild, und aus seiner Stimme klang Stolz. Und sein Vater war Ivar Lodbroxson. Ich kenne Ivar Lodbroxson, sagte ich. Ivar Lodbroxon war ein gefürchteter Kriegsherr gewesen, mager wie ein Gerippe, wild und schreckenerregend, doch er war auch ein Freund Graf Ragnars, der mich aufgezogen hatte. Ivars Bruder hieß Obar, und ihn hatte ich an einem Strand getötet. Ivar ist die wahre Macht in Nordumrien, erklärte mir Thorkild, nur nicht im Tal des Vier. Dort regiert Kjartan. Thorkild berührte sein Hammeramulett. Er wird jetzt Kjartan der Grausame genannt, fügte er hinzu. Und sein Sohn ist noch schlimmer. Sven, knurrte ich mißmutig. Kjartan und Sven waren meine Feinde. Sven der Einäugige, sagte Thorkild, zog eine Grimasse und berührte erneut sein Amulett, als wollte er damit das Böse der Namen abwehren, die er eben in den Mund genommen hatte. Und nördlich von ihnen, sprach er weiter, Herrscht Elfrick von Bebbernburg.« Auch ihn kannte ich. Elfrick war mein Onkel, und er hatte mein Land gestohlen. Doch ich tat so, als hätte ich den Namen noch nie gehört. Elfrick? fragte ich. Noch ein Sachse? Ein Sachse, bestätigte Thorkild. Aber seine Festung ist zu mächtig. Dann ist er ein Dänenfreund. Jedenfalls kein Feind, sagte Thorkild. Das sind also die drei großen Herren. Evar, Kjartan und Elfrek. Aber hinter den Hügeln in Kumbrien? Kein Mensch weiß, was dort vor sich geht. Er sprach von der Westküste Nordumbriens, die an der irischen See lag. Nordumbrien war ein Königreich mit verfeindeten Grundherren, von denen keiner einen anders hatte, mich zu mögen, und von denen mich zwei am liebsten tot sehen wollten. Und doch war es meine Heimat. Und ich hatte dort eine Pflicht zu erfüllen. Und deshalb folgte ich dem Weg des Schwertes. Es war die Pflicht der Blutfede. Die Fehde hatte vor fünf Jahren begonnen, als Kjartan und seine Männer nachts in Graf Ragnars Palast gekommen waren. Sie hatten den Palas niedergebrannt und alle umgebracht, die versucht hatten, den Flammen zu entkommen. Ragnar hatte mich großgezogen. Ich hatte ihn wie einen Vater geliebt. Und der Mord an ihm war ungesühnt. Er hatte einen Sohn, dessen Name ebenfalls Ragnar lautete. Er war mein Freund. Doch Ragnar der Jüngere konnte keine Rache nehmen, denn er wurde als Geisel in Wessex festgehalten. Also würde ich Kjartan töten. Und seinen Sohn, Sven den Einäugigen, weil er Ragnars Tochter gefangen genommen hatte. Lebte Terra noch? Ich wußte es nicht. Ich wußte nur, daß ich geschworen hatte, den Tod Ragnars des Älteren zu rächen. Als wir endlich in die weite Mündung des Hamba einfuhren, war meine Kehle wie zugeschnürt. „Von hier kommst du also?“, fragte Hild, als sich die Ufer des Flusses einander annäherten. „Mein Land liegt ganz oben im Norden“, erklärte ich ihr. Hier. „Hier ist Merzien.“ Ich deutete auf das südliche Flussufer. „Und dort ist Nordumbrien, ich zeigte ans andere Ufer. Nordumbrien erstreckt sich bis ins Land der Barbaren. Barbaren? Schotten, sagte ich und spuckte über die Reling. Vor den Dänen waren die Schotten unsere ärgsten Feinde gewesen. Immerzu waren sie südwärts in unser Land vorgestoßen. Aber dann waren sie, wie wir auch, von den Nordmännern überfallen worden, und dadurch war die Bedrohung durch sie schwächer geworden. Wir ruderten die Us hinauf. An diesem Abend kamen wir unter einem blassen Himmel nach furwick der Hauptstadt von Nordumbrien, den Ort, an dem mein Vater hingemetzelt worden war, an dem ich zum Waisen geworden und Ragnar dem Älteren begegnet war, der mich großgezogen und mich die Liebe zu den Dänen gelehrt hatte. Als wir uns der Stadt näherten, sah ich die erste Leiche. Es war ein Junge, sein langes Haar driftete wie Seegras unter dem Wasser. Wir sahen noch mehr Leichen vorbeitreiben, bis wir nahe genug an der Stadt waren, um Männer auf dem Festungswald zu erkennen. Es waren zu viele Männer, Männer mit Speeren und Schilden, und an der Landestelle waren noch mehr Männer, Männer in Kettenhemden, Männer, die uns aufmerksam beobachteten, Männer mit gezogenen Schwertern. Ich hörte Schreie aus der Stadt. Thorkild ließ das Schiff hundert Schritt stromabwärts treiben und dann, in der Nähe einer Weide, mit dem Bug aufs Ufer laufen. Er sprang hinunter, schlang zur Sicherung des Schiffes ein Tau aus gedrehtem Robbenfell um den Stamm der Weide und kletterte, nach einem angstvollen Blick auf die bewaffneten Männer, die uns aus der Entfernung beobachteten, eilig wieder an Bord. Du, er deutete auf mich, Finde raus, was dort los ist. Dort gibt's Ärger, sagte ich. Musst du noch mehr wissen? Ich muss wissen, was mit meinem Lagerhaus ist, und ich habe keine Lust, sie zu fragen, also machst du es. Die bewaffneten Männer kamen nun am Ufer entlang auf uns zu. Es waren sechs, doch sie näherten sich zögerlich, denn Thorkild hatte zweimal so viel Leute auf dem Schiff und alle trugen Äxte und Speere. Ich zog mir das Kettenhemd über, wickelte den prächtigen Helm mit dem Wolfskopf aus, den ich von einem dänischen Schiff vor der walisischen Küste erbeutet hatte, gürtete mich mit Schlangenhauch und Wespenstachel und sprang in dieser schweren Kriegsrüstung unbeholfen ans Ufer. Hild sprang hinter mir ans Ufer. Du hättest auf dem Schiff bleiben sollen, sagte ich zu ihr. Dort bleibe ich nicht ohne dich, sagte sie. Sie trug unser ganzes Gepäck. Wer sind Sie? fragte sie und meinte damit die sechs Männer, die immer noch fünfzig Schritte entfernt waren, und es nicht eilig hatten, den Abstand zu verringern. Lass es uns herausfinden, sagte ich, und zog Schlangenhoch. Die Schatten waren inzwischen lang geworden, und das Zwielicht hatte den Rauch der Kochfeuer über der Stadt in Purpur und Gold getaucht. Krähen flogen zu ihren Nestern, und in einiger Entfernung erkannte ich Kühe, die auf dem Weg zum abendlichen Melken waren. Ich ging auf die sechs Männer zu. Ich trug ein Kettenhemd, hatte einen Schild und zwei Waffen, Armringe und einen Helm, der drei gute Kettenhemden wert war. Meine Erscheinung schreckte die sechs Männer, und sie warteten eng zusammengedrängt auf mich. Alle hatten ihr Schwert gezogen, doch ich sah, dass sich zwei von ihnen Kruzifixe um den Hals gehängt hatten und nahm daher an, dass sie Sachsen waren. Wenn ein Mann nach Hause kommt, rief ich ihnen auf Englisch zu, will er nicht von Schwertern empfangen werden. Sie mussten annehmen, dass ich ein Däne war, denn ich war von einem dänischen Schiff gekommen. Also waren sie erleichtert, als ich sie auf Englisch ansprach. Wer seid ihr? rief mir einer der älteren Männer zu. Ich antwortete nicht, aber ich ging immer weiter in ihre Richtung. Ich hatte mir vorgenommen, hier auf keinen Fall unter meinem eigenen Namen aufzutreten, denn Kjartan oder mein betrügerischer Onkel sollten nicht wissen, dass ich nach Nordumbrien zurückgekehrt war. Aber mein Name galt auch etwas, und mich überkam die närrische Versuchung, die sechs Männer damit zu beeindrucken. Doch dann fiel mir etwas noch Besseres ein. Ich bin Steapa von Kir, verkündete ich. Ich bin der Mann, der Sven vom weißen Pferd in sein kühles Grab geschickt hat. Der Mann, der mich nach meinem Namen gefragt hatte, tat einen Schritt rückwärts. Ihr seid Theapa? Der, der in Eufels Diensten steht? Genau der. Herr, sagte er und senkte seine Klinge. Einer der jüngeren Männer berührte sein Kruzifix und fiel auf ein Knie. Ein dritter Mann schob sein Schwert in die Scheide. Und die anderen taten vorsichtshalber das Gleiche. Und wer seid ihr? Verlangte ich zu wissen. Wir dienen König Egbert, sagte einer der älteren Männer. Und die Toten? Fragte ich und deutete auf den Fluss, auf dem eine weitere Leiche in der leichten Strömung vorbeitrieb. Dänen, Herr. Ihr bringt Dänen um? Das ist Gottes Wille, sagte er. Ich zeigte auf Torkils Schiff. Dieser Mann ist ein Däne, und dennoch ein Freund. Werdet ihr auch ihn töten? Wir kennen Thorkild, Herr, sagte der Mann, und wenn er in Frieden kommt, wird er am Leben bleiben. Und ich? erkundigte ich mich. Der König wird euch sehen wollen, Herr. Er wird euch für die große Schlacht gegen die Dänen ehren. Ist es wirklich wahr, dass Gothrum besiegt wurde? Es ist wahr, sagte ich. Ich war dort. Dann wandte ich mich um, steckte Schlangenhauch in die Scheide und winkte Thorkild zu. Ich rief ihm über das Wasser hinweg zu, dass sich die Sachsen öckwärts gegen die Dänen erhoben hatten, ihm diese Männer aber Sicherheit versprachen, wenn er in Frieden käme. Was würdest du an meiner Stelle tun? rief Thorkild zurück. Seine Männer sorgten mit kleinen Ruderschlägen dafür, dass das Schiff nicht von der Strömung weitergetrieben wurde. Fahrfluss abwärts. Rief ich auf Dänisch. Such dir ein paar kampferprobte Dänen und warte, bis du weißt, was hier vor sich geht. Und du? wollte er wissen. Ich bleibe hier. Er wühlte in einem Beutel und warf dann etwas in meine Richtung. Es glitzerte im abnehmenden Tageslicht. Das ist für deinen Rat, rief er. Und mögest du lange leben. Dann wendete er und seine Männer ruderten ihn flussabwärts und aus meinem Leben. Ich entdeckte später, dass Thorkilds Lagerhaus geplündert und der einarmige Däne, der es bewacht hatte, abgeschlachtet und seine Tochter vergewaltigt worden war. Mein Rat war also die Silbermünze wert gewesen, die Thorkild mir zugeworfen hatte. Ihr habt ihn weggeschickt? fragte mich einer der bärtigen Männer vorwurfsvoll. Ich habe euch gesagt, er ist ein Freund. Und wie habt ihr von Orfrits Sieg erfahren? fragte ich. Ein Priester ist gekommen, Herr, sagte er, und er hat es uns erzählt. Ich hätte mir denken können, dass Alfred die Nachricht von seinem Sieg über Gothrum im ganzen sächsischen England verbreiten wollte. Es stellte sich heraus, dass Alfred überall hin, wo Sachsen lebten, Priester gesandt hatte, und einer war auch zu König Egbert nach earl geschickt worden und er hatte die Stadt nur einen Tag vor mir erreicht, und König Egbert die schöne Kunde gebracht, dass die Westsachsen die große Armee der Dänen geschlagen hatten. Mit seiner Ankunft nahm der Irrsinn seinen Anfang. Doch was auf die nordumbrischen Sachsen fast noch größeren Reiz ausübte, als der Sieg selbst war, die hanebüchene behauptung der heilige cuthbert sei orfred im traum erschienen und habe ihm gezeigt wie er diesen sieg erringen könne cuthbert war der abgott nordumbriens der heiligste christ der jemals in diesem landstrich gelebt hatte und es gab keinen frommen sächsischen haushalt in dem nicht täglich zu ihm gebetet wurde die Vorstellung, dass es dieser glorreiche Heilige des Nordens gewesen war, der Wessex geholfen hatte, die Dänen zu schlagen, trieb König Egbert den Verstand aus. Er hätte dem Priester danken, und dann dafür sorgen sollen, dass er den Mund hielt. Doch stattdessen hatte er bei Wulfheer, dem Erzbischof von Erfurwick, eine Dankesmesse bestellt, die in der größten Kirche der Stadt abgehalten werden sollte. Wulfheer war kein Dummkopf, und so hatte er augenblicklich ein schweres Fieber bekommen und war zur Erholung aufs Land gereist. Doch ein Narr namens Pater Rothwirt nahm seinen Platz ein und ließ er auf Herwigs große Kirche von seiner Predigt wiederhallen, in der er behauptete, der heilige Cuthbert sei vom Himmel herabgestiegen, um die Westsachsen zum Sieg zu führen. Und diese unsinnige Geschichte hatte die Sachsen von Alförwick davon überzeugt, dass Gott und der heilige Cuthbert dabei waren, ihr Land von den Dänen zu erlösen. Und so hatte das Töten angefangen. All das erfuhr ich auf dem Weg in die Stadt. Ich erfuhr auch, dass kaum hundert dänische Kämpfer in Furwick gewesen waren, weil Graf Ivar die anderen auf einen Zug nach Norden mitgenommen hatte, um ein schottisches Heer zu stellen, das über die Grenze vorgestoßen war. Seit Menschengedenken hat es keinen derartigen Vorstoß gegeben. Ich dachte, dass ich kein Sachse dabei klarem Verstand war, gegen Ivar erheben würde. Aber Pater Rothbeard verkündete, »Gott, der heilige Cuthbert und eine Heerschar von Engeln würden vom Himmel herabkommen und die Dänen aus Nordumbrien vertreiben.« Meine Ankunft sorgte nur dafür, dass ich da war noch steigerte. »Gott hat euch gesandt«, sagten die Männer, die mich vom Schiff hatten kommen sehen, immer wieder, und sie riefen den Leuten zu, dass ich Swain getötet habe. Während wir uns einen Weg zum Palas bahnten, folgte Hild und mir eine wachsende Schar Menschen. Es ging durch enge Straßen. Ich war früher schon einmal im Palas von Air gewesen. Es war ein römischer Bau aus guten hellen Steinen. Den Boden bedeckten Binsen, auf denen das Blut des Vortages erstarrt war. In der großen Halle stank es wie in einem Schlachthof. Der neue König Eckbert hatte genau den gleichen verschlagenen Gesichtsausdruck und den launisch verzogenen Mund wie sein Onkel. Nun aber wirkte er verängstigt. Und das war auch kein Wunder, denn der verrückte Rothwirt hatte einen Sturm entfesselt, und Egbert mußte wissen, dass sich Ivars Dänen rächen würden. Laute Rufe kündigten dem König mein Kommen an. Er betrachtete mich verwirrt, und seine Verwirrung steigerte sich noch, als eine Stimme, eine vertraute Stimme, meinen Namen rief. Utret! Utret! Ich sah mich um und erkannte pater willibald utred pater willibald war ein guter freund und ein guter mensch er war westsachse und einst alfreds flottenpriester gewesen und nun hatte ihn das schicksal dazu auserwählt den nordumrischen sachsen im Norden die frohe botschaft von Athenden zu bringen steapa rief einer der männer die uns in die stadt begleitet hatten »Utret!« verkündete willibald mit leuchtenden augen »Ich bin Utrecht von Bebanburg«, gab ich zu, außerstande, meine Täuschung länger aufrechtzuerhalten. »Der Mann, der Lotbroxon getötet hat«, Willibald versuchte bei diesen Worten meine rechte Hand in die Höhe zu ziehen. »Der Mann, der bei Effenden Swain vom Weißen Pferd zu Fall gebracht hat«. In zwei Tagen, so dachte ich, würde Kjartan der Grausame wissen, dass ich in Nordumrien war, und in drei... Würde mein Onkel Elfrick von meinem Kommen erfahren haben? Und wenn ich nur eine Unze Verstand besessen hätte, wäre ich sofort aus dem Saal verschwunden und hätte mich zusammen mit Hild genauso schnell Richtung Süden davongemacht, wie sich Erzbischof Wulfhere aus Furwick abgesetzt hatte. Ihr wart in Ethenden? Fragte mich Egbert. Ich war dort, Herr. Was ist geschehen? Sie hatten die Erzählung von der Schlacht schon aus Pater Willibalds Mund gehört. Doch das war die Sicht eines Priesters, durchsetzt mit Gebeten und den Schilderungen von Wundern. Nun lieferte ich ihnen, was sie wirklich hören wollten. Und das war die Erzählung, die von toten Dänen und der Schlacht mit dem Schwert handelte. Und die ganze Zeit unterbrach mich ein Priester mit blitzenden Augen, struppigem Haar und wildem Bart mit seinen Halleluja-Rufen. Ich vermutete, das sei Pater Rothwirt der Priester, der an das Blutbad ausgelöst hatte. Er war jung, kaum älter als ich, und seine kraftvolle Stimme und sein herrisches Auftreten wurden durch seine Leidenschaft noch gesteigert. »Das ist Utrecht«, rief er, »Utrecht von Nordumbrien, Utrecht von Bebbanburg, ein Dänentöter, ein Gotteskrieger!« und er ist zu uns gekommen, genau wie der heilige Cuthbert zu Orfred in seiner Bedrängnis. Das ist ein Zeichen des Allmächtigen. Die Menge jubelte, der König wirkte verängstigt, und Rothweard trat der Schaum vor den Mund, als er zu beschreiben begann, wie in naher Zukunft jeder Däne in Nordumbrien hingemetzelt würde. Es gelang mir, mich unauffällig von Rothwirt zu entfernen. Ich packte Pater Willibald an seinem mageren Genick und schob ihn in einen Durchgang, der zu den Privaträumen des Königs führte. Ihr seid ein Tölpe, knurrte ich. Die Dänen werden bald zurück sein. Und dann gibt es das nächste Blutbad. Geht nach Süden, so schnell euch eure Beine nur tragen können. Aber es ist doch alles wahr, jammerte er. Der heilige Cuthbert hat uns den Sieg geschenkt. Nein, das ist natürlich nicht wahr, schnappte ich. Das hat Alfred erfunden, aber er hat es erfunden, knurrte ich. Er will König von Nordumbrien werden und nicht nur von Nordumbrien. Ich bin sicher, er hat ausreichend dumme wie euch gefunden, die auch nach Merzien gehen und behaupten, ein verdammter heiliger der Merzier sei ihm im Traum erschienen. Aber so war es, ihr habt recht. Der heilige Kenelm hat in Ethlingake zu Alfred gesprochen. Nein, das hat er nicht. Orfred selbst hat es mir erzählt. Das ist Gottes Werk, Utret. Ein wahrhaftiges Wunder. Purer Unsinn. Doch er ließ sich nicht überzeugen. Der arme Willibald war überzeugt, dass er gerade den Beginn großer Ereignisse miterlebte. An diesem Abend wurde ein Fest veranstaltet. Pater Rothwirt behauptete erneut in einer leidenschaftlichen Rede: Alfred von Wessex habe mich geschickt, seinen größten Krieger, um die Verteidigung der Stadt zu übernehmen, und die himmlischen Heerscharen würden herabsteigen und er Furwick beschützen. Dazu rief Willibald unablässig: Halleluja! Erst am nächsten Tag. Als trüber Regen und grauer Nebel die Stadt einschlossen, regten sich bei ihm erste Zweifel daran, dass die Ankunft von Schwertengeln wirklich unmittelbar bevorstand. Viele Leute verließen die Stadt. Gerüchte über dänische Kriegerverbände, die sich im Norden sammelten, machten die Runde. Inzwischen hatte jeder Mensch mit nur einem kleinen, bisschen Verstand begriffen, dass Ivar vermutlich wesentlich früher auftauchen würde als der heilige Cuthbert mit einer himmlischen Schar. König Egbert schickte einen Boten nach mir aus. Aber ich wollte die Stadt verlassen, bevor Ivars Zorn sich darauf entlud. Im Gasthaus Cross Swords fand ich meine Rettung in Gestalt eines Dänen namens Bolti. Er hatte das Massaker überlebt, weil er mit einer Sechsin verheiratet und von der Familie seiner Frau versteckt worden war. Bolti war dick, und aus seinen Augen sprach die Angst. Er wollte seine sächsische Frau, seine beiden Söhne und zwei Töchter möglichst weit wegbringen, bevor die Dänen ihre blutige Rache nahmen, und er wollte, dass ihn ein erfahrener Kämpfer beschützte. Und wo willst du hin? fragte ich. Also ich will Richtung Norden, sagte er, und mich Ivar anschließen. Ich kann dich bezahlen. Ich forderte sechzehn Schilling, zwei Stuten und einen schwarzen Hengst und als er den Preis des Hengstes hörte, wurde Bolti ganz blass. Ein Mann hatte den Hengst durch die Straßen geführt und ihn feilgeboten, und Bolti kaufte das Tier, weil seine Angst, in Furwick in der Falle zu sitzen, vierzig Schilling wert war. Das schwarze Pferd war im Kampf erprobt, was bedeutete, dass laute Geräusche es nicht schreckten und es sich mit einem Schenkeldruck lenken ließ, so dass ein Mann die Hände für Schild und Schwert frei hatte. Der Hengst war von einem der Dänen erbeutet worden, die in den letzten Tagen abgeschlachtet worden waren, und niemand kannte seinen Namen. Ich nannte ihn Whitney, das bedeutet Quälgeist, und das passte, denn er mochte die beiden Stuten nicht und versuchte bei jeder Gelegenheit nach ihnen zu schnappen. Auf den Stuten sollten Willibald und Hild reiten. So ritten wir alle zusammen auf der Römerstraße nordwärts. Ein Dutzend Männer schloss ich uns an, die der Rache Ivars entkommen wollten. Alle waren bewaffnet, und Bolti gab mir Geld, um sie zu bezahlen. Ich war versucht, nach Sinningthwaite zu reiten, wo Ragnar und seine Leute ihr Land hatten, doch ich wusste, dass ich dort nur wenige Männer antreffen würde, da die meisten mit Ragnar in den Süden gezogen waren. Einige von ihnen waren inzwischen bei Athenden gefallen, und die anderen waren noch immer bei Gothrum, dessen geschlagenes Heer in Merzien geblieben war. Gothrum und Alfred hatten Frieden geschlossen, und Gothrum hatte sich sogar taufen lassen, was Willibald als Wunder betrachtete. Daher würden nur sehr wenige Krieger in Sinningthwaite sein, und es war kein Ort, an dem ich Schutz vor den mörderischen Absichten meines Onkels oder vor Kjartans Hass finden konnte. Ohne rechten Plan für meine Zukunft überließ ich mich meinem Schicksal und setzte auf Bolti, den ich nordwärts begleitete, dorthin, wo uns Kjartans Land wie eine bedrohliche Wolke erwartete, die sich auf unseren Weg gesenkt hatte. Dieses Land zu durchqueren, bedeutete, dass wir eine Abgabe zahlen mussten, und diese Abgabe war gesalzen. Du kannst es ja verschmerzen, reizte ich Bolti. Seine beiden Söhne führten Packpferde, die meiner Vermutung nach mit lauter Münzen beladen waren, die sie in Stoff eingewickelt hatten, damit sie nicht klimperten. Ich kann es nicht verschmerzen, wenn er mir meine Töchter nehmen will, sagte Bolti. Er hatte Zwillingstöchter von zwölf oder dreizehn Jahren, genau im richtigen Alter, um verheiratet zu werden. Sie waren klein, dick, hellhaarig, stupsnasig und unmöglich auseinanderzuhalten. So etwas macht Kjartan also? fragte ich. Er nimmt sich, was er will, sagte Bolti säuerlich, und junge Mädchen gefallen ihm obwohl ich vermute, dass er noch lieber dich in die Finger bekommen würde. Und warum vermutest du das? fragte ich ihn ausdruckslos. Sein Sohn hat wegen dir ein Auge verloren. Er hat sein Auge verloren, sagte ich, weil er der Tochter Ragnars die Kleider vom Leib gerissen hat. Aber er beschuldigt dich. Das tut er, stimmte ich zu. Also wandten wir uns westlich in die Hügel, als wir in die Nähe Dannholms kamen, um Kjartans Männern auszuweichen. Es war Sommer, doch ein kühler Wind hatte niedrige Wolken und feinen Regen herangetrieben, so dass ich froh war, mein ledergefüttertes Kettenhemd zu tragen. Wir kamen auf einem ausgetretenen Pfad höher, und auf der feuchten Erde waren frische Hufspuren zu erkennen, die verrieten, dass dieser Weg nicht lange zuvor von anderen benutzt worden war dass dieser Pfad so viel benutzt wurde, hätte mich zum Nachdenken bringen sollen. Bolti erzählte mir, wie Kjartan und Sven durch Sklavenhandel reich geworden waren. Sie nehmen jeden, Däne oder Sachse, sagte er, und verkaufen alle in das Land über dem Wasser. Er warf einen Blick auf Pater Willibald. Die Priester bringt er alle um. Er hält sie für Hexer. Also lässt er sie halb eingraben und von den Hunden zerfleischen. Wir ritten also in die Hügel. Und ich war zu sorglos. Und so sah Hild die Reiter als Erste. Es waren neunzehn, die meisten von ihnen im Lederwams, doch drei trugen Kettenhemden. Sie sahen, dass wir bewaffnet waren, und wollten es nicht auf einen Kampf ankommen lassen, sie wollten einfach nur sicherstellen, dass wir weiter Richtung Norden auf unser Schicksal zutrotteten, wie immer es auch aussehen mochte. Kannst du sie nicht durch einen Kampf ausschalten? verlangte Bolti zu wissen. Dreizehn gegen Neunzehn? hielt ich ihm vor. Ja, sagte ich dann, wenn die dreizehn kämpfen würden. Aber das werden sie nicht. Ich deutete auf die Schwertkämpfer, die Bolti für unsere Begleitung bezahlt hatte. Sie taugen dazu, Wegelagerer abzuschrecken, fuhr ich fort, aber sie sind nicht so dumm, gegen Kjartans Männer zu kämpfen. Aber setzte er an, doch dann verstummte er denn nun, hatten wir vor Augen, was uns erwartete. Wo der Fluss reißend hinabstürzte, öffnete sich ein breiteres Tal, und dort lag ein ansehnliches Dorf, in dem eine Brücke, die aus kaum mehr als einer einfachen riesigen Steinplatte bestand, einen größeren Fluss überspannte, den ich für den Wir hielt. In dem Dorf war eine Menschenmenge versammelt, und ich sah, dass sie von Männern bewacht wurde. Die Reiter, die uns folgten, kamen nun etwas näher, doch sie hielten an, als ich anhielt. Was wirst du jetzt tun? fragte Boldi vor Angst zitternd. Ich werde deine Haut retten, sagte ich. Und dann sagte ich zu einer seiner Zwillingstöchter, sie solle mir den schwarzen Leinenschal geben, den sie als Gürtel trug. Sie band ihn los und gab ihn mir mit bebender Hand. Ich schlang mir den Stoff um den Kopf, bedeckte meinen Mund, die Nase und die Stirn. Was hast du vor? jammerte Bolti. Ich machte mir nicht die Mühe, ihm zu antworten. Stattdessen stülpte ich meinen Helm über den Schal, so dass mein Gesicht nur noch eine Maske aus glänzendem Metall über einem schwarzen Schädel war. Allein meine Augen waren noch zu sehen. Ich zog Schlangenhauch halb aus der Scheide, um sicher zu sein, dass mein Schwert leicht zur Hand sein würde. Dann trieb ich Whitney ein paar Schritte vor. »Ich bin jetzt Thorkild der Lepröse«, erklärte ich Bolty. Der Schal ließ meine Stimme dumpf und verschwommen klingen. »Wer bist du?« fragte er und starrte mich an. »Ich bin Thorkild der Lepröse«, sagte ich, »und du und ich werden jetzt mit ihnen verhandeln.« »Ich?« hauchte er mit versagender Stimme. »Und ich werde dich beschützen«, sagte ich. Seine sächsische Frau heulte wie bei einer Beerdigung und ich knurrte sie an, damit sie ruhig war. Dann ließ ich ein paar hundert Schritt vor dem Dorf halten und wies alle, außer Bolti, an, auf uns zu warten. Nur du und ich, erklärte ich Bolti. Er kreischte, weil ich seinem Pferd einen Schlag aufs Hinterteil versetzt hatte, so dass es losgaloppierte. Ich holte ihn sofort ein. Denk dran, sagte ich, ich bin Torquil de Lepröse, und wenn du verrätst, wer ich in Wirklichkeit bin, bringe ich dich um, genau wie deine Frau und deine Söhne, und anschließend verkaufe ich deine Töchter als Huren. Wer bin ich? Äh, Torquil, stammelte er. »Torkild de Lepröse«, sagte ich. Wir waren inzwischen in dem Dorf, eine mitleiderregende Ansammlung niedriger Steinhütten mit Torfdächern. Wenigstens dreißig oder vierzig Menschen wurden auf dem Dorfplatz bewacht, und auf einer Seite, in der Nähe der Brücke aus dem großen Stein, standen ein Tisch und Bänke auf einer Wiese. Zwei Männer saßen an dem Tisch und hatten einen Krug Bier vor sich stehen. Das alles sah ich, doch in Wahrheit bemerkte ich nur eines den Helm. Meines Vaters. Er lag auf dem Tisch. Der Helm hatte ein geschlossenes Gesichtsstück, das ebenso wie der Kamm des Helmes mit eingelegten Silberverzierungen geschmückt war. Diesen Helm hatte mein Vater an dem Tag getragen, an dem er in Erfurweg gefallen war. Und Ragnar, der Ältere, hatte ihn dem Mann abgekauft, der meinen Vater getötet hatte. Und jetzt gehörte er einem der Mörder Ragnars. Sven. Der Einäugige. Er stand auf, während Bolti und ich uns näherten, und es traf mich wie ein Schlag, als ich ihn wieder vor mir hatte. Ich hatte Sven als Kind gekannt, und nun war er ein Mann. Doch sofort erinnerte ich mich an das flache, breite Gesicht, mit dem einen, wild starrenden Auge. An der Stelle des anderen Auges befand sich eine narbige Vertiefung. Sven war groß und breitschultrig, trug langes Haar und einen Vollbart und war gekleidet in den besten Kettenharnisch. Die nächsten Gäste, bemerkte er, als wir bei ihm angekommen waren, und deutete auf die Bank am anderen Ende des Tisches. Setzt euch, befahl er. Dann können wir das Geschäftliche regeln. »Setz dich zu ihm, raunte ich bolti zu. Bolti sah mich verzweifelt an, stieg vom Pferd und trat an den Tisch. Der zweite Mann war dunkelhaarig und viel älter als Sven. Er trug einen schwarzen Umhang. Vor ihm stand ein flacher, hölzerner Kasten. Die Sonne ließ Silber darin aufschimmern. Sven, der sich wieder gesetzt hatte, schenkte einen Becher Bier ein und schob ihn Bolti zu. Und ihr seid? fragte ihn Sven. B Bolti erikson er musste es zweimal sagen, denn beim ersten Mal war seine Stimme so leise, dass man ihn kaum verstehen konnte. »Bolti Eriksson«, wiederholte Sven, »und ich bin Sven Kjartansson, und mein Vater herrscht über dieses Land.« Sven lächelte. »Es scheint mir, als hättet ihr versucht, uns um unsere Abgabe zu bringen, Bolti.« »Nein, Herr.« »Und woher kommt ihr?« »Äh, er, er, er »Ah.« »Noch ein Händler aus Erfurth, was? Ihr seid heute schon der Dritte.« »Und was habt ihr da auf den Packpferden?« »Nichts, Herr«, Sven beugte sich leicht vor und grinste dann, während er vernehmlich furzte. »Nichts? Aber ich sehe da vier Frauen, und drei von ihnen sind hübsch jung«, er lächelte. »Sind das eure Frauen?« »Meine Frau und meine Töchter, Herr«, sagte Bolti. Frauen und Töchter, wie sehr lieben wir sie doch, sagte Sven, und dann sah er zu mir auf, und obwohl ich wusste, dass mein Gesicht verhüllt war und meine Augen tief im Schatten des Helmes lagen, zog sich meine Haut unter seinem Blick zusammen. Und wer? fragte Sven, ist das? Seine Neugier war verständlich, denn ich sah aus wie ein König. Mein Kettenhemd und mein Helm und meine Waffen waren von allerbester Machart, und meine Armringe kennzeichneten mich als Krieger von hohem Rang. Bolti warf mir einen entsetzten Blick zu, und seine Stimme klang wie das Quietschen einer Maus. Das ist Turkilt, der Lepröse. Sven zog unwillkürlich eine Grimasse und fasste an das Hammeramulett, das um seinen Hals hing. Alle fürchten das graue, schlaffe Fleisch der Leprösen. Und die meisten Leprakranken werden in die Wildnis geschickt, um zu leben, wie es ihnen eben gelingt, und zu sterben, wie es ihnen bestimmt ist. »Was habt ihr mit einem Leprösen zu tun?«, fragte Sven. Polti wusste keine Antwort. »Ich reise in den Norden.« Meine Stimme klang dröhnend unter meinem geschlossenen Helm. »Und warum reist ihr in den Norden?«, fragte Sven. »Weil ich den Süden satt habe,« sagte ich. Er hörte die Feindseligkeit in meiner dumpfen Stimme und tat sie als ungefährlich ab. Er musste glauben, dass Bolti mich zum Schutz auf der Reise angestellt hatte, doch ich stellte keine Bedrohung dar. Sven hatte fünf Männer in nächster Nähe, die alle mit Schwertern oder Speeren bewaffnet waren, und innerhalb des Dorfes hatte er mindestens noch einmal vierzig weitere. Sven trank einen Schluck Bier. Wie ich höre, hat es in Erwäg Unruhe gegeben, sagte er fragend zu Bolti. Bolti nickte. Ich sah, dass sich seine rechte Hand unter dem Tisch krampfhaft öffnete und schloss. Einige Dänen wurden getötet, sagte er. Sven schüttelte den Kopf, als fände er diese Neuigkeit höchst besorgniserregend. Darüber wird Ivar nicht sehr glücklich sein. Wo ist Ivar? fragte Bolti. Als ich zuletzt von ihm gehört habe, war er im Tal des Tweed, sagte Sven. Und ließ Aid von Schottland für sich tanzen. Er schien diesen beiläufigen Austausch von Neuigkeiten zu genießen, als ob er seine Diebereien und Raubzüge in einen Mantel aus Achtbarkeit hüllen wollte, indem er an solchen Gepflogenheiten festhielt. Also, womit handelst du, Bolti? Leder, Felle, Kleidung, Töpferwaren«, sagte Bolti und verstummte. Und ich handle mit Sklaven, sagte Sven. Das ist Gelgil, er deutete auf den Mann neben sich, und er kauft uns die Sklaven ab. Und du hast drei junge Frauen, von denen ich mir für ihn und mich ein sehr einträgliches Geschäft verspreche. Was meinst du, Gelgil? »Bringt die Mädchen her, sagte er zu seinen Männern, und Bolti schauderte. Er sah mich erneut an, aber ich tat nichts, als die beiden Wachen zu unserer wartenden Gruppe hinübergingen. Voltis Frau schrie verzweifelt auf und brach in unbeherrschbares Schluchzen aus, als ihre Töchter und Hild an den Tisch geführt wurden. Sven hieß sie mit übertriebener Höflichkeit willkommen, und dann stand Gelgil auf und nahm sie in Augenschein. Er ließ seine Hand über ihre Körper gleiten, als wolle er ein Pferd kaufen. Ich sah, wie Hild zitterte, als er ihr Kleid herabzog, um ihre Brüste zu begutachten. Doch er hatte weniger Interesse an ihr als an den beiden jüngeren Mädchen. Ein hundert Schilling jede, sagte er, nachdem seine Musterung abgeschlossen war. Und für die? Er warf einen Blick auf Hild. Fünfzig. Seine Aussprache war fremdartig. Aber die ist doch hübsch, wandte Sven ein. Die anderen beiden sehen dagegen aus wie kleine Ferkelchen. Sie sind Zwillinge, sagte Gelgel. Für Zwillinge bekomme ich sehr viel Geld. Und das große Mädchen ist zu alt. Sie muss mindestens neunzehn oder zwanzig sein. Jungfräulichkeit ist solch ein kostbares Gut, sagte Sven zu Bolti. Findet ihr nicht auch? Bolti zitterte. Ich zahle euch hundert Schilling für jede meiner Töchter, sagte er verzweifelt. Oh nein, sagte Sven. So viel will Gelgel haben. Ich muss schließlich auch einen Gewinn machen. Ihr könnt sie alle drei behalten, Bolti, wenn ihr mir 600 Schilling bezahlt. Das war ein unverschämter Preis. Und er sollte es auch sein. Doch Bolti erhob Einspruch. Aber mir gehören doch nur zwei, Herr, jammerte er. Die dritte ist seine Frau. Er deutete auf mich. Eure? Sven sah mich an. Ein Aussätziger mit einer Frau? <laughs> also ist Euch Euer wertvollstes Teil noch nicht abgefallen. <laughs> er fand das sehr lustig. Und die beiden Männer, die unsere Frauen gebracht hatten, lachten mit ihm. Und, aussitziger, fragte Sven, was wollt Ihr mir für Eure Frau zahlen? Nichts. Er kratzte sich am Hintern. Seine Männer grinsten. Sie waren an Trotz gewöhnt und auch daran, ihn zu brechen. Ihr habt da ein paar schöne Armringe, Aussätziger, sagte er. Und ich vermute, dieser Helm wird euch nicht mehr viel nutzen, wenn ihr bald tot seid. Also nehme ich im Tausch für eure Frau eure Armringe und euren Helm. Und dann könnt ihr eures Weges gehen. Ich rührte mich nicht, gab keinen Ton von mir. Doch ich drückte meine Beine behutsam an Whitney's Flanken und spürte, wie das große Pferd zitterte. Der Hengst war ein schlachtenerprobtes Tier und wollte, dass ich ihn endlich auf den Gegner trieb. Egil, Azur, nehmt dem Aussätzigen den Helm ab! Sven musste geglaubt haben, dass ich geschlagen war, noch bevor mich seine Männer überhaupt erreicht hatten. Der eine trug einen Speer und der andere zog sein Schwert. Doch er hatte das Schwert noch nicht einmal halb aus der Scheide gezogen, als ich schon Schlangenhauch in der Hand hatte und Whitney vorantrieb. Das Tier hatte nur auf den Angriff gewartet und preschte mit der Geschwindigkeit von Odins Lieblingspferd Sleipnir los. Zuerst nahm ich mir den Mann zu meiner Rechten vor und ließ Schlangenhauch vom Himmel auf ihn herabfahren wie einen Blitz des wütenden Tor, und die Kante meines Schwertes fuhr durch seinen Helm, als sei er aus Pergament, und Whitnir, der den Druck meiner Knie sofort gehorchte, wandte sich schon wieder in Svens Richtung, als der Speerträger auf mich losging. Er hätte seine Waffe gegen Whitneys Brust oder gegen seinen Hals richten sollen, doch stattdessen versuchte er, mir den Speer zwischen die Rippen zu rammen, und da drehte sich Whitney kurz nach rechts und schnappte mit seinen großen Zähnen nach dem Gesicht des Mannes, und der Mann stolperte rückwärts, konnte gerade noch den Biss ausweichen, doch verlor er das Gleichgewicht und fiel auf die Wiese. Und ich lenkte Whitney nach links. Ich hatte meinen rechten Fuß schon aus dem Steigbügel gezogen, und nun schwang ich mich aus dem Sattel und ließ mich mit voller Wucht auf Sven fallen. Ich riss ihn zu Boden und drückte Schlangenhausspitze an seine Kehle. Bolti winselte. Er hatte sich vor Schrecken bepisst. Ich roch es. Gilgil stand da wie erstarrt. Hild lächelte. Ein halbes Dutzend von Svens anderen Männern stand mir gegenüber, doch keiner wagte von ihnen eine Bewegung, denn immer noch lag die Spitze meines blutverschmierten Schwertes an Svens Kehle. Sven sah mit seinem einen Auge hasserfüllt und voller Angst zu mir hoch. Da trat ich unvermittelt von ihm weg. "Auf die Knie!", befahl ich ihm. "Egil!", flehte Sven erneut. Egil, der einen schwarzen Bart trug und dessen Nasenlöcher riesig waren, weil ihm die Nasenspitze in einem Kampf abgehauen worden war, hob seinen Speer. Er stirbt, wenn du angreifst, sagte ich zu Egil und berührte Sven mit Schlangenhaus Spitze. Egil war vernünftig genug zurückzutreten und ich zog Schlangenhauch über Svens Gesicht, so dass er blutete. Auf die Knie! Wiederholte ich, und als er kniete, beugte ich mich hinunter, zog seine beiden Schwerter aus ihren Scheiden und legte sie neben den Helm meines Vaters auf den Tisch. Willst du den Sklavenhändler umbringen? rief ich Hild zu und deutete auf die Schwerter. Nein, antwortete sie. Du sollst nicht töten. Bulti, ich sprach jetzt Dänisch, bring den Sklavenhändler um! Ich wollte Gelgill nicht den Rücken zuwenden. Doch Bolti rührte sich nicht. Er war zu erschrocken, um mir zu gehorchen. Aber dann überraschten mich seine beiden Töchter. Sie kamen und ergriffen Svens Schwerter. Gelgill versuchte wegzulaufen, doch der Tisch war ihm im Weg und eines der Mädchen schwang wild die Klinge, traf seinen Schädel und er brach seitwärts zusammen. Dann machten sie sich gemeinsam über ihn her. Ich sah nicht zu, denn ich bewachte Sven, doch ich hörte die Schreie des Sklavenhändlers und Hils überraschtes Keuchen, und ich sah die Ungläubigkeit auf den Gesichtern der Männer vor mir. Die Zwillinge grunzten, während sie auf Gelgil einhackten. Er brauchte lange zum Sterben, und kein einziger von Svens Männern unternahm den Versuch, ihn zu retten oder ihren Gebieter zu verteidigen. Sie fürchteten sich zu sehr vor dem, was ihnen Kjartan antun würde, falls sein Sohn starb. Hinter mir wurde schließlich die Abschlachtung Gelgils vollendet. Ich wagte es, mich kurz umzuwenden, und sah Boltis Zwillingstöchter blutüberströmt und grinsend über ihrem Opfer stehen. Sie sind, sind Helstöchter, erklärte ich den Männern und war stolz auf meinen plötzlichen Einfall, denn Heel ist die Totengöttin, halb verwest und furchterregend, und sie holt alle zu sich, die nicht in der Schlacht sterben. Und ich bin torkild fuhr ich fort. Und ich habe Scharen von Kämpfern in Odins Totenhalle geschickt. Sven zitterte unter mir. Seine Männer schienen den Atem anzuhalten, und mit einem Mal wuchsen meiner Erzählung Flügel, und ich ließ meine Stimme so tief klingen, wie ich es vermochte. Ich bin Thorkild der Lepröse, verkündete ich laut, und ich bin schon vor langer Zeit gestorben. Nun aber hat mich Odin aus seiner toten Halle hierher gesandt, um die Seelen Kjartans und seines Sohnes zu holen. Sie glaubten mir. Ich sah Männer nach ihren Amuletten greifen. Was ich in diesem Augenblick am dringendsten brauchte, war nicht Svens Seele, sondern unsere Sicherheit. Und daher tauschte ich das eine gegen das andere. Ich werde diesen Wurm weiter kriechen lassen, sagte ich, damit er seinem Vater die Nachricht von meinem Kommen überbringen kann. Verschwindet und ich lasse ihn frei. Sie starrten mich bloß an und da ließ sich Schlangenhaus Klinge noch einmal zucken, so daß Sven erneut aufheulte. Verschwindet! brüllte ich. Sie gingen schnell und voller Angst. Bolti betrachtete seine geliebten Töchter mit Scheu. Ich sagte jedem der Mädchen, dass sie ihre Sache gut gemacht hatten, und hieß sie, eine Handvoll Münzen vom Tisch mitzunehmen. Dann gingen sie zurück zu ihrer Mutter, Silber in der einen und ein blutiges Schwert in der anderen Hand. Das sind gute Mädchen, sagte ich zu Bolti, und er erwiderte nichts, beeilte sich aber, ihnen zu folgen. Ich drückte mein Schwert an Svens Kehle, bis ich sicher war, dass sich alle seine Männer ein gutes Stück ostwärts zurückgezogen hatten. Ich packte Svens Schopf und zerrte seinen Kopf zurück, so dass er mich ansehen musste. Ich bin auf diese Mittelerde gekommen, um dich und deinen Vater zu töten. Ich werde dich wiederfinden, Sven Kjartansson, und das nächste Mal werde ich dich umbringen. Ich bin Thorkild. Und ich wandere durch die Finsternis, und keiner kann mich töten, weil ich schon eine Leiche bin. Richte also deinem Vater meine Grüße aus, und erzähle ihm, dass der Totenkrieger mit dem Schwert nach ihm ausgesandt wurde, und dass wir alle drei auf Skidbladnir zurück nach Niflheim segen werden. Niefelheim war das grässliche Reich der Finsternis, in dem die unehrenhaften Toten enden, und Skidbladnir war das Götterschiff, das zusammengefaltet und in einem Beutel verborgen werden konnte. Dann ließ ich Sven los und trat ihn so fest in den Rücken, dass er aufs Gesicht fiel. Er hätte wegkriechen können, doch er wagte nicht, sich zu rühren. Auch nicht, als ich mich zu seinem Gürtel hinabbeugte, und ihn um seinen schweren Münzbeutel erleichterte. Dann streifte ich ihm die silbernen Ringe von den Armen. Hild schnitt ein Stück von Gelgils Umhang ab und knotete es zu einem Beutel, in den wir die Münzen aus dem Holzkasten des Sklavenhändlers schütteten. Ich gab ihr den Helm meines Vaters in die Hand und schwang mich wieder in Wetniers Sattel. Gerade wollte ich davonreiten, da waren mit einem Mal psalmodierende Mönche zu hören, und aus einem der niedrigen, torfgedeckten Häuser, das ihr Gefängnis gewesen war, tauchte eine Prozession Geistlicher auf. Es waren sieben an der Zahl, und sie hatten an diesem Tag das unfassbarste Glück gehabt. Denn wie ich feststellte, war Kjartan der Grausame wirklich ein Christenhasser, und er tötete jeden Priester und jeden Mönch, dessen er habhaft wurde. Diese sieben entkamen ihm nun. Bei ihnen befand sich ein junger Mann in Ketten. Er war groß, muskulös, sehr gut aussehend, in Lumpen gehüllt und ungefähr so alt wie ich. Sein langes, gelocktes Haar war so goldfarben, seine Augen tief blau, und sein Gesicht hätte aus Stein gemeißelt sein können, so stark geformt waren seine Wangenknochen, seine Nase und sein Kinn. Doch die Härte der Gesichtszüge wurde durch einen fröhlichen Ausdruck gemildert, der vermuten ließ, dass er im Leben ständig neue Überraschungen und Vergnügungen fand. Als er Sven neben den Hufen meines Pferdes kauern sah, rannte er von den singenden Priestern zu uns und bückte sich auf dem Weg nur einmal, um das Schwert des Mannes aufzuheben, den ich getötet hatte. Er hielt die Waffe ungeschickt, denn seine Hände waren durch eine metallene Kette miteinander verbunden. Dennoch trug er es bis zu Sven und ließ es dann über seinem Nacken schweben. Nein, Nein, sagte ich. Nein? Der junge Mann lächelte zu mir hoch, und ich mochte ihn sofort. Seine Miene war offen und arglos. Ich habe ihm versprochen, ihn am Leben zu lassen, sagte ich. Er überlegte kurz. Das habt ihr, sagte er dann. Aber ich nicht. Er sprach Dänisch. Aber wenn ihr ihm das Leben nehmt, sagte ich, dann muß ich euch eures nehmen. Der Schalk blitzte aus seinen Augen, als er über meine Worte nachdachte. Warum? fragte er und war keineswegs erschrocken, sondern schien es einfach nur wissen zu wollen. Weil ich will, dass er seinem Vater eine Nachricht überbringt. Welche Nachricht? Dass der Totenkrieger mit dem Schwert gekommen ist, um ihn zu holen. Der junge Mann legte den Kopf zur Seite und ließ sich die Nachricht durch den Sinn gehen. Schließlich schien er sie gut zu heißen, denn er klemmte das Schwert unter einen Arm und knotete dann unbeholfen seinen Hosengürtel auf. Von mir kannst du auch eine Nachricht überbringen, sagte er zu Sven. Und hier ist sie. Er piste auf Sven. Ich taufe dich, sagte der junge Mann. Im Namen Thors und Odins und Lokis. Die sieben Geistlichen, es waren drei Mönche und vier Priester, betrachteten diese Taufe mit ernsten Mienen, doch keiner von ihnen erhob Einspruch gegen diese Gotteslästerung oder versuchte sie zu verhindern. Der junge Mann band seinen Gürtel wieder fest und lächelte mich erneut an. Und ihr seid also der Totenkrieger mit dem Schwert? So ist es, sagte ich. Hör auf zu heulen, befahl er Sven und lächelte mir dann wieder zu. In diesem Fall werdet ihr mir vielleicht die Ehre erweisen, mir zu dienen? Euch zu dienen? fragte ich. Jetzt war ich an der Reihe, mich zu belustigen. Ich bin Guthred, sagte er, als ob das alles erklärte. Guthred, der Sohn Hartnikats. Auch dieser Name sagte mir nichts. Und warum sollte ich euch dienen, Guthred? Sohn von Hartnick hat. Weil ich ein Sklave war, bis ihr kamt, sagte er. Aber jetzt? Nun, weil ihr kamt, bin ich jetzt ein König. Er sprach mit solcher Leidenschaft, dass er sich kaum recht ausdrücken konnte. Ihr seid ein König, sagte ich. Aber wovon? Von Nordumbrien, natürlich, antwortete er strahlend. Das ist er, Herr, das ist er wirklich bemerkte einer der Priester ganz ernsthaft. Und so lernte der Totenkrieger mit dem Schwert den Sklavenkönig kennen. Ich wagte es nicht, in der mittleren Region Nordumbriens zu bleiben, denn meine Feinde waren hier viel zu zahlreich. Doch auch weiter nordwärts konnte ich nicht. Also trieben mich die Winde von Kjartans Hass und Svens Rache, zusammen mit der gezeiten Strömung aus der Feindseligkeit meines Onkels Richtung Westen, in die Wildnis Kumbriens. Wir folgten dem römischen Wall über den Hügelkuppen. An seiner Seite verlief ein breiter Graben, und dahinter noch eine mit Steinen gepflasterte Straße. Und im Abstand von jeweils ungefähr einer Meile erhob sich ein Wachturm, und zweimal am Tag kamen wir an steinernen Festungen vorbei, in denen die römischen Soldaten gewohnt hatten ich hatte mich von bolti getrennt er war nördlich des Römerwalls sicher denn damit war er auf dem gebiet der Bebbernburg angekommen wo elfrigs reiter zusammen mit den reitern der dänen die auf meinem land lebten die straßen bewachten wir folgten dem wall weiter richtung westen und zu meiner gruppe gehörten nun pater willibald hild könig guthred und die sieben geistlichen die ich befreit hatte es war mir gelungen die kette zu brechen mit der guthreds hände aneinander gefesselt waren so dass der Sklavenkönig, der jetzt Willibalds Stute ritt, zwei eiserne Armbänder trug, von denen kurze Stücke der rostigen Kette herabbaumelten. Unablässig redete er auf mich ein. Was wir tun sollten, sagte er zu mir am zweiten Tag unserer Reise, ist in Kumbrien eine Streitmacht zusammenstellen, und dann ziehen wir über die Berge und nehmen er ein. Und dann? fragte ich. Dann geht's in den Norden, sagte er leidenschaftlich. »Wir werden dannholm besetzen und danach nehmen wir Bebbanburg ein. Ihr wollt doch, dass ich das tue, nicht wahr?« Ich hatte Gathred meinen richtigen Namen genannt und ihm erzählt, dass ich der wahre Herr von Bebbanburg war. Und jetzt erzählte ich ihm, dass es noch niemals jemandem gelungen war, Bebbanburg einzunehmen. »Ein harter Brocken, was?« gab Gathred zurück. »Wir müssen ja sowieso zuerst Ivar erledigen.« er redete, als wäre es keine große Sache, den mächtigsten Dänen von Nordumbrien auszuschalten. Oder vielleicht lässt mich Ivar ja auch König werden. Er hat einen Sohn, und ich habe eine Schwester, die jetzt im heiratsfähigen Alter sein muß, so könnte doch ein Bündnis geschlossen werden, oder? Es sei denn, eure Schwester ist schon verheiratet, gab ich zu bedenken. Ich kann mir nicht vorstellen, wem sie gefallen haben sollte, sagte er. Sie hat ein Gesicht wie ein Pferd. Sieht sie wirklich aus wie ein Pferd? Sie hat ein langes Gesicht, sagte er und schnitt eine Grimasse. Aber ganz hässlich ist sie auch nicht. Es wird außerdem Zeit, dass sie heiratet. Sie muss jetzt schon 15 oder 16 sein. Ich glaube, wir sollten sie mit Ivar's Sohn verheiraten. So kommt ein Bündnis mit Ivar zustande und er wird uns helfen, mit Kjartan zurechtzukommen. Und dann müssen wir sicherstellen, dass uns die Schotten keinen Ärger mehr machen. Und dann müssen wir natürlich noch diese Bastarde von Strathclotha daran hindern, sich zur Plage zu entwickeln. Natürlich müssen wir das, sagte ich. Sie haben meinen Vater getötet, versteht ihr? Und mich zum Sklaven gemacht. Er grinste. Sie raubten Kumbrien aus, und deshalb hatte Hartnickert beschlossen, sie zu bestrafen, und war mit einer kleinen Streitmacht Richtung Norden in ihr Hügelland vorgerückt. Dort ging er in eine Falle Aokates von Strathclotha, und sein Heer wurde aufgerieben. Gathred war mit seinem Vater in den Kampf gezogen und gefangen genommen worden. Danach hatte er zwei Jahre lang als Sklave bei ihnen gelebt. Warum haben sie euch nicht umgebracht? fragte ich. Eroket hätte mich umbringen sollen, räumte Gathred fröhlich ein, aber er wusste nicht, wer ich bin. Und wie seid ihr, Eroket, entkommen? Das bin ich nicht. Gelgill hat mich ihm abgekauft. Er hat einen wirklich hohen Preis für mich bezahlt. Aus Gathreds Stimme klang Stolz. »Und Gelgil hatte vor, euch an Kjartan weiter zu verkaufen?« fragte ich. »Oh nein, er wollte mich an die Priester von Kerlige Lied verkaufen.« Er nickte in Richtung der sieben Geistlichen, die ich mit ihm zusammen gerettet hatte. »Sie hatten sich vorher schon über den Preis geeinigt, versteht ihr? Aber Gelgil wollte mehr. Und dann haben sie sich alle mit Sven getroffen.« und der wollte natürlich nicht, dass dieser Verkauf zustande kam, er wollte, dass ich nach Dannholm gehe. Deshalb war unser Schicksal besiegelt, bis Ihr aufgetaucht seid. Gelgill hatte Eroket für eine beträchtliche Summe Guthred abgekauft, nicht weil Guthret diesen Preis wert gewesen wäre, sondern weil ihn die Priester mit diesem Handel beauftragt hatten. Zweihundert Silberstücke, acht Bullen, zwei Säcke Malz und ein silberbeschlagenes Trinkhorn. »Die Priester müssen das Silber von ganz Kumbrien dafür zusammengekratzt haben«, sagte Gathred stolz. »Und Eroket war damit einverstanden, euch zu verkaufen?« »Bei diesem Preis? Natürlich war er einverstanden, warum auch nicht?« »Er hat euren Vater umgebracht. Eure Pflicht ist es also, ihn umzubringen. Und das weiß er.« »Ich glaube eher, dass er mich gemocht hat.« sagte Guthred, und das konnte ich mir auch vorstellen, denn Guthried war außerordentlich anziehend. Er begann jeden Tag, als sei von ihm nichts außer Freuden zu erwarten, und in seiner Gesellschaft wirkte das Leben irgendwie heiterer. Er ließ mich immer noch seinen Scheißekübel ausleeren, räumte Guthried ein, aber es gefiel ihm, mit mir zu reden. Worüber? Ach, über alles, die Götter, das Wetter, Fischen, wie man guten Käse macht, Frauen, Einfach alles. Und er hielt mich nicht für einen Krieger. Und das bin ich in Wahrheit auch nicht. Jetzt, wo ich König bin, muss ich natürlich auch Krieger sein, aber der Kampf gefällt mir nicht besonders. Eroket hat mich schwören lassen, dass ich niemals einen Krieg gegen ihn anfangen werde. Und das habt ihr geschworen? Natürlich, ich mag ihn. Ich plündere seinen Viehbestand und bringe jeden Mann um, den er nach Kumbrien schickt, aber das ist ja kein Krieg, oder? Das alles verstand ich aber was keinen Sinn ergab war dass sieben sächsische geistliche von kerliger lied gekommen waren um ein vermögen für guthred zu zahlen der sowohl ein däne als auch ein heide war weil ich ihr könig bin natürlich sagte guthred als wäre das ganz klar ihr gott will euch fragte ich ihr gott will mich sagte guthred ernst weil ich der Erwählte bin. Kerlige Lied war ein armseliger Ort am südlichen Ufer des Heiden. Nordmänner hatten ihn zwei Jahre zuvor ausgeraubt und niedergebrannt, und nicht einmal die Hälfte der Stadt war wieder aufgebaut worden. Also ritten wir durch ein zerstörtes Tor und durch eine zerstörte Stadtmauer in eine zerstörte Stadt. Als wir ankamen, senkte sich gerade die Dämmerung herab. Der ständige Regen hörte auf, und ein breites, rotes Strahlen durchbrach die Wolken am westlichen Himmel. Wir ritten geradewegs in das Licht des leuchtend untergehenden Sonnenballs hinein, das sich auf meinem Helm mit der Kammzieher des silbernen Wolfsrachens widerspiegelte, und mein Kettenhemd, meine Armringe und die Hefte meiner beiden Schwerter aufschimmern ließ. Und mit einem Male rief jemand, Ich sei der König! Kerliger Lied war voller Leute. Hier und da war ein Haus wieder aufgebaut worden, doch die meisten hatten sich mitsamt ihrem Vieh mehr schlecht als recht in den verkohlten Ruinen eingerichtet, und es waren viel mehr, als nach dem Überfall der Nordmänner hier übrig geblieben sein konnten. Es war denn auch das Volk aus Kumbrien, das von seinen Priestern oder Herren mit dem Versprechen nach kährlicher Lied geführt worden war, dass die Ankunft ihres neuen Königs bevorstehe. Und nun näherte sich im Widerschein des Sonnenuntergangs von Osten ein strahlender Krieger auf einem großen schwarzen Pferd. Der König. rief eine andere Stimme, und der Ruf wurde von vielen anderen Kehlen aufgenommen, und die Leute strömten aus ihren behelfsmäßigen Unterkünften und starrten mich an. Willibald versuchte sie wegzuschicken, aber seine westsächsischen Worte gingen in dem Gelärme unter. Ich erwartete, dass Guthred ebenfalls etwas dagegen tun würde, doch stattdessen zog er sich seinen Umhang über den Kopf, so dass er aussah wie einer der Geistlichen, die sich anstrengen mussten, an unserer Seite zu bleiben, während uns die Menge bedrängte. Hild lachte, und ich nahm sie an der Hand, damit sie an meiner Seite ritte wie eine Königin. Die wachsende Menge begleitete uns einen langen, sanften Hügel hinauf, auf dessen Gipfel eine Kirche war, aus der Priester und Mönche zu unserem Empfang vor die Tür traten. In kehrliger Lied herrschte der Wahn. Es war ein anderer Wahn als der, durch denen er ferwig der Blutrausch ausgelöst worden war, aber Wahnsinn war es dennoch. Frauen weinten, Männer riefen laut durcheinander, und Kinder starrten verständnislos um sich, Mütter hielten mir ihre Säuglinge entgegen, als ob meine Berührung sie heilen könnte. Der Abt hatte Guthred zum König dazu ernannt. Und so hatte der Wahnsinn in kerligerlied Lied seinen Anfang genommen. In der Stadt hatten sich nur noch Füchse und Vögel getroffen, als Abt Oedret von Lindesferina über die Hügel kam. Lindesfarina ist das Kloster, das ganz nahe bei Bebbanburg liegt. Doch der Abt, vertrieben von dänischen Überfällen, war nach kehliger Lied gekommen und hatte hier die neue Kirche gebaut. Außerdem hatte der Abt Guthred in seinen Träumen gesehen. Heute kennt natürlich jeder Nordumbrier die Erzählung davon, wie der heilige Cuthbert dem Abt die Erscheinung von Guthred verschaffte. Doch damals an dem tag von Guthreds ankunft in Kehrliga Lied schien diese geschichte einfach nur die jüngste narrheit von den vielen narrheiten zu sein die sich auf der welt zutragen die leute jubelten mir zu nannten mich könig und willibald drehte sich zu Gathret um sagt ihnen sie sollen damit aufhören das volk will einen könig sagte Gathret, und utrecht sieht wie ein könig aus lasst ihn den leuten für einen moment Einige mit Knüppeln bewaffnete jüngere Mönche hielten die aufgeregte Menge von den Kirchentüren fern. Erdred hatte ihnen ein Wunder versprochen, und sie warteten nun schon seit Tagen auf die Ankunft ihres neuen Königs. Und dann war ich von Osten herangeritten in meiner vollen Pracht als Krieger, der ich immer gewesen bin. Damals, im Jahr 878, herrschte in kerliger Lied ein Wahnsinn. Der Wahnsinn der Hoffnung. Der Glaube. Ein König, der aus dem Traum eines Geistlichen geboren war, könne das Leiden des Volkes beenden. Abd Erdred erwartete uns im Kreise von Mönchen, und als sich mein Pferd näherte, streckte er seine Arme gen Himmel. Er war groß, alt und weißhaarig, hager und grimmig, seine Augen erinnerten an einen Falken, und er hatte, erstaunlich für einen Gottesmann, ein Schwert an der Seite hängen. Er konnte mein Gesicht zunächst nicht sehen, denn es war unter den Wangenplatten meines Helmes verborgen. Doch als ich den Helm abnahm, hielt er mich immer noch für den König. Er sah zu mir empor, dankte Gott mit erhobenen mageren Händen für meine Ankunft und verbeugte sich dann tief vor mir. Herr König! sagte er mit dröhnender Stimme. Die Mönche fielen auf die Knie. Herr König! dröhnte Abt Ödred erneut. Willkommen! Herr König, ahmten ihn die Mönche nach, willkommen! Dieser Moment war nun allerdings sehr fesselnd. Urdred, nämlich, so erinnern wir uns, hatte Guthred zum König ernannt, weil ihm der heilige Cuthbert, Hartnickers Sohn, im Traum, hatte, erscheinen lassen. Nun aber hielt Erdred mich für den König, was entweder bedeutete, dass Cuthbert ihm das falsche Gesicht gezeigt hatte, oder dass Erdred ein lügnerischer Bastard war. Aber als Wunder, und Urgits Traum wurde immer als ein Wunder bezeichnet, erregte diese Offenbarung entschiedenes Misstrauen. Willibald sprang herum, als hätte er zwei Wespen in der Hose, und versuchte Urgits Fehler zu berichtigen. Also trat ich ihm an den Kopf, damit er endlich still war, und dann deutete ich auf Guthred, der nun die Kapuze vom Kopf gezogen hatte. Das, sagte ich zu Urgit, ist euer König. Einen Herzschlag lang, glaubte mir Adget nicht. Doch dann tat er es. Und ein Ausdruck schwärzester Wut huschte über sein Gesicht. Es war eine grimmige Zornesfratze, denn er verstand, wenn es auch sonst niemand tat, dass er Guthrid aus seinem Traum hätte wiedererkennen müssen. Danach beherrschte er seinen Ärger, verbeugte sich vor Guthrid, wiederholte seine Begrüßung, und Guthrid gab sie mit seinem gewohnten Frohmut zurück. Die Mönche eilten herbei, um die Zügel seines Pferdes zu nehmen, dann stieg Guthred aus dem Sattel und wurde in die Kirche geführt. Wir anderen folgten. Es war düster in der Kirche. Auf dem Altar brannten Binsenlichter und noch einige mehr auf dem Boden des Kirchenschiffs, wo sich eine große Mönchsgruppe verneigte und Psalmen sang. Doch die schwachen, rußigen Lichter konnten die Schatten kaum durchdringen. Die Kirche war wenig beeindruckend. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich, dass das Dach stümperhaft mit grobem Stroh gedeckt war. Bei uns in der Kirche befanden sich ungefähr fünfzig oder sechzig Geistliche, und sie hatten ihre Gefolgsleute mitgebracht. Neugierig stellte ich fest, dass einige das Kreuz und andere den Hammer trugen. In der Kirche standen Dänen und Sachsen beieinander, und sie waren sich offenbar nicht feindlich gesinnt. Im Gegenteil hatten sie sich versammelt, um Oede zu unterstützen, der ihnen einen König von Gottes Gnaden versprochen hatte. Und? Da war Gisela. Sie war groß, dunkelhaarig und hatte ein langes, sehr ernstes Gesicht. Ihr Umhang und ihr Kleid waren grau, so dass ich sie zuerst für eine Nonne hielt. Doch dann sah ich die silbernen Armreifen und die schwere Brosche, die ihren Umhang am Hals zusammenhielt ihre großen Augen glitzerten. Doch das lag daran, dass sie weinte. Es waren Tränen der Freude. Und als guthred sie erblickte, eilte er sofort zu ihr und sie umarmten sich. Dann trat er einen Schritt von ihr weg, ohne ihre Hände loszulassen, und führte sie, noch ganz überwältigt, zu mir. Meine Schwester, stellte er sie vor, Gisela. Dass ich frei bin, sagte er zu ihr, habe ich Utrecht zu verdanken? Ich danke euch, sagte sie zu mir, und ich sagte nichts. Mir war bewusst, dass Hild neben mir stand, aber Giselas Anwesenheit war stärker. Was hatte ihr Bruder mir erzählt, dass sie ein Pferdegesicht hätte? Aber mir erschien dieses Gesicht so schön wie ein Traum: ein Gesicht, das den Himmel in Flammen setzen und einen Mann verfolgen konnte. Nach all diesen Jahren sehe ich immer noch dieses Gesicht vor mir. Als sie mich das erste Mal ansah, war ich verloren. Die Spinnerinnen, die unsere Schicksalsfäden verweben, hatten sie mir gesandt. Und ich wusste, dass von nun ab... Nichts mehr so sein würde wie zuvor. Du bist nicht verheiratet, oder? fragte Guthrie sie beunruhigt. Sie strich sich übers Haar, das immer noch frei, wie das eines Mädchens über ihre Schultern fiel. Wenn sie heiratete, würde es aufgesteckt werden. Natürlich nicht, antwortete sie und sah mich dabei immer noch an. Dann wandte sie sich zu ihrem Bruder. Und du? Nein, sagte er. Gisela ließ ihren Blick zu Hild wandern und dann wieder zu mir, und gerade in diesem Moment kam Abt Erdred und zog so Guthrie fort, und Gisela ging wieder zu ihrer Begleiterin. Über die Schulter sah sie mich noch einmal an. Und ich sehe diesen Blick immer noch vor mir, die gesenkten Augenlider und der kleine Stolperschritt, als sie sich umdrehte, um mich ein letztes Mal anzulächeln. Ich verlor Gisela aus den Augen, als die Menge anfing, nach vorne zu drängen, um die Zeremonie zu sehen. Sie begann damit, daß Abt Erdred den Schwertgürtel von seiner Taille löste und ihn um Guthrets Lumpen befestigte. Dann legte er dem neuen König einen pelzbesetzten grünen Umhang aus feinem Stoff um und drückte ihm einen Bronzereif aufs helle Haar. Die Mönche psalmodierten, während Erdred dies tat, und setzten ihre Gesänge fort, als Guthred von dem Abt durch die Kirche geführt wurde, so dass ihn alle sehen konnten. Männer beugten das Knie vor ihm. Guthred kannte viele der Dänen als Gefolgsleute seines Vaters und grüßte sie strahlend. Die Rolle des neuen Königs stand ihm, denn er war vernünftig und gutmütig zugleich. Erdreds Predigt war mit Kürze gesegnet, obwohl er sie sowohl auf Englisch als auch auf Dänisch hielt. Sein Dänisch war nicht gut, aber es reichte aus, um Guthreds Landsleuten zu sagen, Gott und der heilige Cuthbert hätten den neuen König erwählt, und hier sei er, und Ruhm und Herrlichkeit würden unausweichlich folgen. Dann führte er Guthred zu den Binsenlichtern, die in der Mitte des Kirchenschiffes flackerten, und die Mönche, die sich um die rauchenden Flammen geschart hatten, drängten sich zusammen, um dem neuen König Platz zu machen. Da sah ich, dass sie sich um drei Kästen versammelt hatten. Jetzt wird der königliche Eid geleistet werden, verkündete oedred Die anwesenden Christen gingen wieder auf die Knie. Es sollte vermutlich ein sehr feierlicher Augenblick werden, doch Guthred machte ihn fast zunichte, indem er sich umdrehte und nach mir suchte. Udred, rief er, kommt. oedred musste sich beherrschen. Doch Guthrid wollte mich an seiner Seite haben, weil ihn die drei Kästen beunruhigten. Sie waren mit Gold beschlagen, und ihre Deckel wurden von breiten Metallschließen gehalten, und um sie herum standen die flackernden Binsenlichter, so dass er glauben mußte, gleich würde irgendein christlicher Zauber abgehalten. Und da wollte er die Gefahren mit mir teilen. Abt Erdred starrte mich finster an. »Hat er euch Uthred genannt?« fragte er misstrauisch herr Utret befehligt meine haustruppen äußerte guthred würdevoll das machte mich zum befehlshaber von gar nichts doch ich bewahrte eine ernste miene und wenn eide abgelegt werden müssen fuhr guthred fort dann muss er sie gemeinsam mit mir leisten Utrecht, sagte abt edred einfach er kannte meinen namen das war zu erwarten er kam von lindisfarina wo meine familie herrschte ich bin utred von Bebernburg, sagte ich laut genug, damit jeder in der Kirche es hören konnte. Meine Worte lösten ein zischelndes Wispern unter den Mönchen aus. Einige bekreuzigten sich, während mich andere einfach nur hasserfüllt anstarrten. Er hat mich gerettet, sagte Guthred, und er ist mein Freund. Oedred bekreuzigte sich. Er hatte mich vom ersten Moment an indem er mich mit dem traumgeborenen König verwechselt hatte, nicht gemocht. Aber jetzt wollte er erst richtig Gift und Galle über mich ausspeien. Er hasste mich, weil unsere Familie als Hüter des Klosters Lindes angesehen wurde, doch nun bestand das Kloster nur noch aus Ruinen, und Erdred, sein Abt, war ins Exil getrieben worden. Hat Elfrick euch geschickt? verlangte er zu wissen. »Elfrick!« ich spuckte den Namen geradezu aus. Elfric ist ein ehrloser Besatzer, ein Dieb. Und eines Tages werde ich ihm seine faulen Därme aus dem Leib schneiden und ihn an einen Baum hängen, damit sich die Aasvögel an ihm laben können. Da verstand oedred wer ich war. Ihr seid Herrn Udreds Sohn, sagte er, und betrachtete meine Armringe und mein Kettenhemd und meine meisterhaft geschmiedeten Schwerter und den Hammer, der um meinen Hals hing. Ihr seid der Junge, der bei den Dänen aufgewachsen ist. Ich bin der Junge, sagte ich höhnisch, der an einem Strand im Süden Oberlotbroxon getötet hat. Er ist mein Freund, beharrte Gathred. Obd-Oedred schauderte. Dann neigte er leicht den Kopf. Ihr werdet den Schwur ablegen, knurrte er mich an, König Gathred treu zu dienen. Ich trat einen kleinen Schritt zurück. Eide zu leisten ist eine ernste Angelegenheit. Wenn ich schwor, diesem König zu dienen, der ein Sklave gewesen war, dann wäre ich nicht länger ein freier Mann. Ich wäre Guthrets Mann, ihm auf den Tod verschworen, und ich müsste ihm bis an mein Ende dienen und gehorchen. Und diese Vorstellung ließ mir die Galle hochsteigen. Guthrit sah mich zögern und lächelte. Ich werde euch entbinden, flüsterte er mir auf Dänisch zu, und ich verstand, dass er diese Zeremonie ebenso wenig ernst nahm wie ich. Schwört ihr mir das? fragte ich. Auf mein Leben, sagte er leichthin. Die Eide werden nun abgenommen, verkündete Erdred, der in der Kirche, in der inzwischen überall gemurmelt wurde, wieder eine würdevollere Stimmung verbreiten wollte. Strafend sah er in die Menge, bis wieder Ruhe eingekehrt war. Dann öffnete er einen der beiden kleineren Kästen. Darinnen lag ein Buch, dessen Deckel mit wertvollen Steinen besetzt war. Das ist das Evangeliar von Lindesferina, sagte edred mit ehrfurchtsvoller Stimme. Er hob das Buch aus dem Kasten und hielt es in die Höhe, so sodass sich das schwache Licht in den Juwelen brach. Die Mönche bekreuzigten sich. Anschließend übergab Erdrit das schwere Buch einem bereitstehenden Priester, dessen Hände bei der Übernahme zitterten. Dann bückte sich Erdrit zu dem zweiten der kleineren Kästen. Er machte das Kreuzeszeichen, und dann klappte er den Deckel hoch. Und da lag, die geschlossenen Augen, in meine Richtung ein abgeschlagener Kopf guthred stieß einen angeekelten laut aus und packte mich am rechten arm weil er ein hexenwerk fürchtete das ist der hochheilige st oswald sagte Erdred, einst könig von nordumbrien und nun ein heiliger dem ein bevorzugter platz im herzen gottes des allmächtigen zuteil wurde seine stimme zitterte vor ergriffenheit guthred trat zurück so sehr stieß ihn der Kopf ab. Doch ich befreite mich aus seinem Griff und ging weiter vor, um auf Oswald hinabzublicken. Er war, zu seiner Zeit, der Herr von Bebbernburg gewesen. Doch das war schon 200 Jahre her. Damals war er in einer Schlacht gegen die Merzier umgekommen und sie hatten ihn in Stücke gehackt. Der Kopf mit den eingesunkenen Wangen und der nachgedunkelten Haut wirkte auffällig narbenlos. Ein vergoldeter Bronzereif diente ihm als Krone. Innig geliebter Sankt Oswald, sagte Edred und machte das Kreuzeszeichen, beschütze und leite uns und schließe uns in deine Gebete ein. Die Lippen des Königs waren geschrumpft, so dass drei seiner Zähne sichtbar waren. Sie sahen aus wie gelbe Holzzapfen. Die Mönche, die am dichtesten bei Oswald knieten, schaukelten in inbrünstigem Gebet vor und zurück. Sankt Oswald, verkündete Oedred, ist ein Krieger Gottes, und mit ihm an unserer Seite kann uns keine Macht widerstehen. Dann ging er zum letzten und größten Kasten. In der Kirche herrschte Stille. Den Christen war natürlich bewusst, dass Erdred mit der Ausstellung der Reliquien die Mächte des Himmels anrief, die Eide zu bezeugen, wogegen die heidnischen Dänen, auch wenn sie nicht genau verstanden, was vor sich ging, von der zauberischen Stimmung eingeschüchtert waren, die sie in der großen Kirche wahrnahmen. In der großen Truhe lag eine Leiche. Erdred schlug vorsichtig das Leinen auseinander und enthüllte so, einen toten Bischof in einem weißen Gewand, dessen Gesicht von einem viereckigen Stück weißen Stoffs mit Goldsaum bedeckt war. Die Leiche trug ein besticktes Capulier um die Schultern, und eine verbeulte Mitra war ihr vom Kopf gerutscht. Ein goldenes Kreuz mit Verzierungen aus Granatsteinen lag, halb verdeckt von ihren zum Gebet gefalteten Händen, auf ihrer Brust an einem vertrockneten Finger glänzte ein Rubinring. Ein paar der Mönche schnappten keuchend nach Luft, und sogar Erdred war überwältigt. Er berührte den Rand des Sarges mit der Stirn. Im Namen des Vaters, sagte er, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann nahm er das Stück goldgesäumten Leinens weg, um ein gelbliches Antlitz mit dunkler verfärbten Flecken zu enthüllen. Das ist der heilige Cuthbert, sagte Erdred mit vor bebender Stimme, das ist der selige, hochheilige, innig geliebte Cuthbert. O oh du gütiger Gott. Er schaukelte auf seinen Knien vor und zurück das ist wahrhaftig der heilige cuthbert bis zum alter von zehn jahren war ich mit geschichten über den heiligen cuthbert aufgewachsen er konnte stürme durch seine gebete zum erliegen bringen und hatte ungezählte seeleute vor dem ertrinken gerettet einmal hatte er eine familie gerettet indem er den flammen die ihr haus verschlingen wollten befahl in die hölle zurückzukehren und das feuer war wie durch ein wunder erloschen Während einer Dürre ließ er Wasser aus dem ausgedörrten Grund sprudeln, und als Vögel die frische Gerstensaat stahlen, befahl er ihnen, sie zurückzubringen, und sie gehorchten. Jedenfalls erzählte man mir das. Er war, zweifellos, der wichtigste Heilige Nordumbriens, der Heilige, der über uns wachte, und an den wir unsere Gebete richteten, so daß er sie in Gottes Ohr flüstern konnte. Und nun, Lag er hier vor uns, in einer geschnitzten, goldbeschlagenen Ulmentruhe, flach auf dem Rücken, mit leicht geöffnetem Mund, eingefallenen Wangen und fünf gelb-schwarzen Zähnen, von denen sich das Zahnfleisch zurückgezogen hatte, so dass sie aussahen wie Tierfänge. Seine Augen waren geschlossen. Erdred rückte vorsichtig die Mitra wieder zurecht und beugte sich dann vor, um den Rubinring zu küssen. Ihr werdet bemerkt haben, sagte er, die Stimme heiser vor lauter Erregung, dass sein heiliges Fleisch unverwest ist. Er unterbrach sich, um eine der knochigen Hände des Heiligen zu streicheln, und dieses Wunder ist ein sicheres Zeichen für seine Heiligkeit. Er beugte sich erneut vor, und dieses Mal küßte er den Heiligen mitten auf die geöffneten, eingeschrumpften Lippen. O du allheiliger Cuthbert«, betete er laut, führe und leite uns und bringe uns zu deiner Herrlichkeit in seinem Namen, der für uns gestorben ist und zu dessen Rechter du nun im ewigen Glanz des Himmels sitzest. Amen. Amen, fielen die Mönche ein. Edred wandte sich wieder an mich. In dieser Kirche, junger Herr, sagte er, befindet sich die geistliche Seele Nordumbriens. Hier, in diesen Kästen, sind unsere Wunder, unsere Schätze, unsere Herrlichkeit und die Wege, auf denen wir uns an Gott wenden, um seinen Schutz zu erbitten. Solange diese wertvollen und heiligen Dinge sicher sind, sind auch wir sicher. Er erhob sich, und seine Stimme klang heftiger. Einst standen all diese Dinge unter dem Schutz der Herren von Bebernburg. Doch dieser Schutz hat versagt. Die Heiden sind gekommen. Die Mönche wurden abgeschlachtet. Und die Männer von Bebernburg? Haben sich hinter ihren Befestigungsmauern verschanzt. Doch unsere Vorfahren in Christus haben diese heiligen Dinge gerettet. Und seitdem ziehen wir umher, ziehen durch wilde Landstriche, doch eines Tages werden wir eine große Kirche errichten, und diese Reliquien werden ihren Glanz über ein heiliges Land verbreiten, und dieses heilige Land liegt dort, wohin ich diese Leute geführt habe. Er deutete auf die Menschenmenge vor der Kirche. Gott hat mir eine Streitmacht gesandt, rief er, und diese Streitmacht wird siegen. Aber ich bin nicht derjenige, der sie anführen wird. Gott und der heilige Cuthbert haben mir einen Traum zuteil werden lassen, indem sie mir den König gezeigt haben, der uns alle ins gelobte Land bringen wird. Sie haben mir König Cuthret gezeigt. Er stand auf und hob Guthreds Arm, und diese Geste ließ die ganze Versammlung in Jubel ausbrechen. Ich sah hinunter auf den toten Heiligen. Ich missfiel, Erdred, weil meine Familie die heiligen Reliquien nicht beschützt hatte. Aber die Stärke von Bebernburg bestand in seiner Lage auf einer umtosten Klippe, und nur ein Narr würde jenseits seiner Mauern einen Kampf anfangen. Wenn ich die Wahl hätte, Bebernburg zu halten, oder eine Reliquie aufzugeben, würde ich sämtliche Heiligen dreingeben. Heilige Leichname sind billig, aber Festungen wie bebernborg sind selten. Seht! rief Ædred, der immer noch Guthreds Arm in die Höhe hielt. Der König von Heliver Falkland! Der König wovon? Ich glaubte mich verhört zu haben, aber das hatte ich nicht. Heliver Falkland hatte Ædred gesagt und des heiligen Mannes Land gemeint. So bezeichnete Erdred das Königreich Guthreds. Der heilige Mann war natürlich St. Cuthbert. Aber wer auch immer sein Land als König regierte, würde zum Schaf zwischen Wölfen. Ivar, Kjartan und mein Onkel waren die Wölfe. Aber mir gefiel diese Art Wahnsinn, die hier herrschte. Im Wahnsinn liegt Veränderung. In der Veränderung finden sich günstige Gelegenheiten und günstige Gelegenheiten bedeuten Reichtümer. Später, viel später wurde mir klar, dass ich tat, was Alfred von mir gewollt hätte. Ich unterstützte die Christen. In diesen Jahren wüteten zwei Kriege. Der offensichtliche Kampf spielte sich zwischen Sachsen und Dänen ab. Doch es gab auch eine Schlacht zwischen Heiden und Christen. Die meisten Dänen waren Heiden und die meisten Sachsen waren Christen. So dass beide Kriege derselbe Kampf zu sein schienen. Aber in Nordumbrien kam alles durcheinander. Und genau darin bestand die Gewitztheit Abt Ödreds. Denn Ödred beendete in Kumbrien den Krieg zwischen Sachsen und Dänen. Und das tat er, indem er Guthred auswählte. Guthred war natürlich Däne. Und das bedeutete, dass die Dänen in Kumbrien bereit waren, ihm Gefolgschaft zu leisten und, weil er von einem sächsischen Abt zum König ausgerufen worden war, stellten sich auch die Sachsen darauf ein, ihn zu unterstützen. Auf diese Weise wurden die beiden größten kriegführenden Stämme Kumbriens, die Dänen und die Sachsen, geeint. Guthred wollte, dass die Mächte der heiligen christlichen Reliquien für ihn wirkten, und so bat er, zu Erdreds Entzücken darum, getauft zu werden. Die Zeremonie wurde unter freiem Himmel abgehalten, direkt vor der großen Kirche. Dort wurde Guthred in einem großen Fass mit Flusswasser untergetaucht und alle Mönche erhoben ihre Hände gen Himmel und priesen Gottes Wege. Guthreds erste Witengamott fand in der großen Kirche statt. Mit Erdred thronte er neben dem offenen Sarg St. Cuthberts. Wir waren 46 Männer. Die Hälfte waren Geistliche und die andere Hälfte die wichtigsten Grundbesitzer Kumbriens, zu denen sowohl Dänen als auch Sachsen gehörten. Erdred begann seine Rede, indem er uns die Neuigkeiten aus Nordumbrien berichtete. Er wusste, was vor sich ging, denn ihm wurden von Geistlichen aus allen Landesteilen Berichte zugetragen, und diese Berichte sagten, dass sich Ivar immer noch im Tal des Tweed befand, wo er einen langwierigen Kleinkrieg gegen König Ed von Schottland führte. Kjartan der Grausame hat sich in seine Festung zurückgezogen und wird sich nicht in den Kampf einmischen. Dann bleibt noch Eckbert von Elferwick, doch der ist schwach. Und was ist mit Elfrick? unterbrach ich ihn. Elfrick von Bebernburg ist dazu vereidigt, St. Cuthbert zu beschützen, sagte Erdred. Das mochte stimmen. Aber mein Onkel würde zweifellos meinen Kopf als Belohnung fordern, wenn er eine Entweihung des Leichnams verhinderte. Ich sagte nichts weiter, sondern hörte nur zu, als Erdred vorschlug, wir sollten eine Streitmacht zusammenstellen und über die Hügel ziehen, um Eo Furwick einzunehmen. Dies rief einiges Erstaunen hervor. Die Männer hatten den Aufruf erwartet, ihre Männer zum Kampf gegen die Nordmänner aus Irland vorzubereiten oder einen weiteren Vorstoß Eokets aus Strathclothar abzuwehren, doch stattdessen wurden sie aufgefordert, weit übers Land zu ziehen und König Egbert niederzuwerfen. Schließlich schaltete sich Ulf ein, der vermögenste Däne Kumbriens. Er war schon älter vielleicht 40 Jahre alt, und er war in den häufigen Auseinandersetzungen von Kumbrien lahm geworden und Narben übersät, doch er konnte Guthred immer noch 40 oder 50 erfahrene Kämpfer zur Seite stellen. Und jetzt wollte er wissen, weshalb er seine Männer über die Hügel führen sollte. Wir haben in Aeroferve keine Feinde, erklärte er. Doch haben wir viele Gegner, die unser Land angreifen werden, während wir unterwegs sind die meisten anderen dänen murmelten zustimmend aber Oedred kannte seine zuhörer in eorlferwick liegen große reichtümer sagte er gold und juwelen und frauen fragte ein mann eorlferwick ist ein sündenbabel verkündete Oedred. ein spielplatz des teufels und voller wollüstiger frauen eine stätte des bösen die von einer heiligen Streitmacht gereinigt werden muß. Bei der Vorstellung von wollüstigen Frauen erhob niemand mehr Einspruch. Wenn die Stadt erst einmal eingenommen war, sollten wir nordwärts weiterziehen, und die Männer von Eorfervik, so behauptete der Abt, würden unsere Reihen verstärken. Wir werden Ivar niederwerfen, sagte Erdred. Gott und der heilige St. Cuthbert werden für uns kämpfen, erklärte er. Und dann sind wir die Herren von Nordumbrien. Und wir werden zu Ehren des heiligen Cuthbert einen Schrein errichten, der die ganze Welt in Staunen versetzt. Das war es also, was Edred eigentlich wollte. Einen Schrein. Darum ging es bei diesem ganzen Wahnsinn um einen Schrein für einen toten Heiligen. Nur zu diesem Zweck hatte Erdred den Sklaven Guthred zum König gemacht, und nur dafür würde er nun gegen ganz Nordumbrien in den Krieg ziehen. Und am nächsten Tag kamen die acht schwarzen Reiter. Wir hatten 354 Männer im kampffähigen Alter, und von diesen besaßen weniger als 20 ein Kettenhemd. Und nur etwa hundert hatten einen ordentlichen Lederpanzer. Erdred nannte sie großspurig das Heer des Heiligen Mannes, und hieß sie bei dem Leichnam St. Cathberts bleiben, der uns offenbar bei unserem Eroberungsmarsch begleiten sollte. Doch sofort konnten wir ohnehin nicht losziehen, denn zunächst mussten wir Verpflegung für die Männer und Futter für die Pferde beschaffen, von denen wir nur achtundsiebzig besaßen. Und so war uns die Ankunft der Schwarzen Reiter willkommen vier der Reiter trugen Kettenrüstungen und die anderen vier gute Lederpanzer und alle waren in schwarze Umhänge gehüllt und ihre Schilde waren schwarz bemalt. Sie ritten von Osten her in Kerliger Lied ein, nachdem sie dem römischen Wall gefolgt waren, der am anderen Ufer des Flusses entlang führte. Die acht Reiter waren nicht die einzigen Neuankömmlinge. Ständig kamen einzelne Männer und die meisten von ihnen waren mit einer Axt oder einem Kampfstock bewaffnet nur wenige hatten eine rüstung oder ein pferd doch die acht schwarzen reiter erschienen in voller kriegsmontur sie waren dänen und erzählten gathred sie kämen von hergist der bei einem ort namens Hagos de eldes land besaß hergist war alt so erklärten sie gathred und konnte selbst nicht kommen doch er hatte seine besten männer geschickt ihr anführer hieß tekel und erschien ein guter krieger zu sein »Warum«, wollte Guthret von Tickle wissen, »schickt mir Hergist Männer?« »Unser Ort liegt zu nahe bei Dunholm, Herr«, antwortete Tickle, »und Hergist möchte, dass ihr dieses Wespennest ausräuchert.« »Dann seid ihr willkommen«, sagte Guthret, und erlaubte den acht Männern, vor ihm niederzuknien und ihm den Treueid zu leisten. »Ihr solltet Tickle und seine Leute in meiner Haustruppe aufnehmen«, sagte er später zu mir. Wir standen auf einer Wiese südlich von Kerlegerlied, auf der ich die Kampfkraft dieser Haustruppe schulte. Ich hatte dreißig junge Männer dafür ausgewählt und darauf geachtet, dass die Hälfte Dänen und die Hälfte Sachsen waren. Als wir uns am Schildwall übten, bestand ich darauf, dass jeder Däne einen sächsischen Nebenmann hatte. Und jetzt brachte ich ihnen das Kämpfen bei. Und betete zu meinen Göttern, es möge nie zu einer Auseinandersetzung kommen. »Eure Schilde müssen sich berühren«, rief ich ihnen zu, »sonst seid ihr tot. Wollt ihr tot sein?« »Nicht so, du Irsling. Die rechte Seite deines Schildes liegt über der linken Seite seines Schildes. Verstanden?« Ich wiederholte es auf Dänisch und warf dann Guthred einen Blick zu. »Ich will Teckels Männer nicht in der Leibwache.« »Warum nicht?« »Weil ich sie nicht kenne.« »Diese Männer kennt ihr auch nicht?« sagte Guthrid und deutete auf die Haustruppe. Ich weiß immerhin, dass es Tölpel sind. Was soll das, Klapper? schrie ich in Richtung eines ungeschlachten jungen Dänen. Ich hatte seinen wirklichen Namen vergessen, aber jeder nannte ihn Klapper und das bedeutete unbeholfen. Er starrte mich verständnislos an, während ich auf die Linie zustürmte. Was sollst du tun, Klapper? In der Nähe des Königs bleiben, Herr, sagte er mit verwirrtem Gesichtsausdruck. Gut, sagte ich denn das war die erste und wichtigste Lektion, die den dreißig jungen Männern ins Hirn gemeißelt werden musste. Sie waren die Haustruppe des Königs, und deshalb mussten sie immer beim König bleiben. Aber das war nicht die Antwort, die ich von Klapper hatte hören wollen. Im Schildwall, du Dummkopf, sagte ich und pochte gegen seine muskelbepackte Brust. Was sollst du im Schildwall tun? Er dachte eine Weile nach und antwortete dann strahlend Den Schild hochhalten, Herr. Ganz recht, sagte ich, und zog den Schild von seinen Knöcheln hoch. Du sollst ihn nicht bei den Zehen schleifen lassen! Was gibt's da zu grinsen, Rypier? Rypier war Sachse, so mager wie Klapper robust und schlau wie ein Wiesel. Rypier war ein Spitzname, und er bedeutete Dieb, denn genau das war Rypier, und wenn es eine Gerechtigkeit gegeben hätte, wäre er schon längst gebrandmarkt und ausgepeitscht worden. Doch mir gefielen seine listigen jungen Augen, und ich vermutete, dass er eine Begabung fürs Töten hatte. »Weißt du, was du bist, Ripe, here? fragte ich und drückte ihm seinen Schild gegen die Brust. »Du bist ein Irsling!« »Was ist ein Irsling, Klapper?« »Ein Scheißhaufen, Herr!« »Genau, ihr Scheißhaufen! Schilde hoch! Hoch!« Ich brüllte das letzte Wort. »Wollt ihr, dass die Leute euch auslachen?« ich deutete auf andere Gruppen, die sich auf der großen Wiese in Scheinkämpfen übten. Teckels Krieger saßen nur im Schatten und schauten zu. Ich ging wieder zu Guthret zurück. Ihr könnt nicht sämtliche guten Männer in eurer Haustruppe haben, erklärte ich ihm, weil ihr dann mit ihnen eingekreist werdet, während alle anderen schon längst geflüchtet sind, und dann sterbt ihr. Und zwar nicht auf die schöne Acht. Das ist passiert, als mein Vater gegen Eoket kämpfte. Zu. Ich teilte die Haustruppe in zwei Gruppen auf und ließ sie im Schildwall gegeneinander kämpfen, doch zuvor befahl ich den Leuten, ihre Schwerter mit Stoff zu umwickeln, damit sie sich nicht versehentlich gegenseitig abschlachteten. Sie bemühten sich, doch sie hatten nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. In ein paar Augenblicken war ich in beide Schildwälle eingebrochen. Etwas später, als sie erschöpft waren, ließ ich sie ausruhen. Ich bemerkte, dass sich die Dänen mit anderen Dänen und die Sachsen mit anderen Sachsen zusammensetzten. Aber das war nur zu erwarten. Und mit der Zeit würden sie schon lernen, einander zu vertrauen. Ich sollte eine Sächsin heiraten, sagte Guthrie zu mir. Wir waren am Rande des Feldes entlanggegangen, auf dem eine Gruppe Frauen Stroh hackte und die Häckseln mit Hafer mischte. Dieses Gemisch würden wir als Pferdefutter mit über die Hügel nehmen. Warum sollte es eine Sechsin sein? fragte ich. Um zu zeigen, dass in Nordumbrien beide Stämme zu Hause sind, sagte er. Und sie soll hübsch sein. So hübsch wie Hild vielleicht? Nur, dass sie zu alt ist. Ich brauche eine, die dreizehn oder vierzehn ist. Sie soll mir schließlich ein paar Kinder gebären. Er stieg über einen niedrigen Zaun und ein steiles Ufer zu einem kleinen Flüßchen hinunter, das weiter nördlich in den Hedäen mündete. Schade, die Sache mit Hild, sagte er unbestimmt. Was meint ihr damit? Wenn ihr nicht mit ihr zusammen wärt, sagte er lebhaft, könntet ihr Giselas Mann werden. Hild und ich sind befreundet, sagte ich. »Aber vielleicht sollte ich Gisela auch besser mit einem König verheiraten,« fuhr Guthred fort und begann, stromaufwärts zu warten. Ich folgte ihm am Ufer, wobei ich mich unter Erlen duckte und wucherndes Gras niedertrat, Fliegen summten um mich, der Tag war sommerlich warm. »Können wir siegen?« fragte er. »Wahrscheinlich können wir Eroferwig einnehmen,« sagte ich, »wenn nicht Ivar vorher zurückgekommen ist.« und wenn er zurückgekommen ist? Dann seid ihr tot, mein König. Darüber runzelte er die Stirn. Wir können mit Ivar verhandeln, schlug er vor. Das würde Alfred tun, sagte ich. Gut. Gathrids Laune besserte sich. Aber Ivar wird nicht mit euch verhandeln, sagte ich stattdessen. Er wird kämpfen. Er ist ein Lotbrock. Er verhandelt nicht oder nur um Zeit zu gewinnen. Er glaubt an das Schwert, den Schild, die Streitaxt und den Tod seiner Feinde. Man kann mit Ivar nicht verhandeln, man muss gegen ihn kämpfen. Und wir haben nicht die Streitmacht zur Verfügung, die man dazu braucht. Aber wenn wir er vorweg einnehmen, sagte er lebhaft, werden sich uns die Leute von dort anschließen. Unser Heer wird sich vergrößern. Das nennt ihr ein Heer? fragte ich kopfschüttelnd. Ivar führt kriegserprobte Dänen an. Wenn wir auf ihn treffen, Herr, werden die meisten unserer Dänen zu ihm überlaufen. Aber sie haben mir den Treueid geleistet. Trotzdem werden sie sich ihm anschließen, sagte ich grimmig. Was sollen wir also tun? Wir besetzen Erfurwick, sagte ich. Wir plündern es und kehren hierher zurück. Ivar wird euch nicht folgen. Kumbrien kümmert ihn nicht. Dann könnt ihr hier regieren, und irgendwann wird Ivar euch vergessen haben. Das würde Erdred nicht gefallen. Aber ihr seid der König, sagte ich, also erteilt ihr die Befehle, nicht Erdred. Stimmt, sagte er säuerlich. Was macht Orfred zu einem guten König? Wer sagt denn, dass er ein guter König ist? Jeder. Pater Willibald sagt, er ist der bedeutendste König seit Karl dem Großen. Das liegt daran, dass Willibald ein verwirrter Irsling ist. Ihr mögt Alfred nicht? Ich hasse diesen Bastard. Aber er ist ein Krieger? Ein Gesetzgeber? Er ist kein Krieger, fiel ich ihm voller Verachtung ins Wort. Er hasst den Kampf. Er muss kämpfen, aber er tut es nicht gern. Aber ein Gesetzgeber ist er. Er liebt Gesetze geradezu. Er glaubt, wenn er erst einmal genug Gesetze erlassen hat, haben wir den Himmel auf Erden. Aber warum sagen die Leute dann, dass er ein guter König ist? fragte Guthried verständnislos. Ich sah einem Adler zu, der weit oben am blauen Himmelsgewölbe seine Schleifen zog. Was man von Orfred sagen kann, antwortete ich und versuchte, redlich zu sein, ist, dass er gerecht ist. Er behandelt die Leute anständig, jedenfalls die meisten. Man kann seinem Wort trauen. Das ist gut, sagte Guthried. Aber er ist auch ein frömmelnder, sauertöpfischer, sorgenzerfressener Bastard, sagte ich. Und das ist viel wichtiger. Ich werde auch gerecht sein, sagte Guthrie. Die Leute sollen mich mögen. Sie mögen euch schon, sagte ich, aber sie fürchten euch auch. Sie fürchten mich? Diese Vorstellung schien ihm nicht zu gefallen. Ihr seid ein König. Ich werde ein guter König sein, sagte er inbrünstig. Und in genau diesem Moment griffen uns Tekel und seine Männer an. Ich hätte es ahnen sollen. Acht gut bewaffnete Kämpfer reiten nicht durch die Wildnis, um sich einem hoffnungslosen Haufen anzuschließen. Sie waren von Kjartan dem Grausamen gekommen. Ich konnte Schlangenhauch noch aus der Scheide ziehen, doch Thekel lenkte mein Schwert mit seiner Klinge seitwärts, und dann stürzten sich zwei seiner Männer auf mich und drängten mich rücklings in das Flüsschen. Ich wehrte mich, doch mein Schwertarm wurde niedergehalten, ein Mann kniete auf meiner Brust und ein anderer drückte mir den Kopf unter Wasser, und ich empfand würgendes Entsetzen, als das Wasser in meinen Rachen drang, und um mich versank alles in Schwärze. Ich kam auf der Kiesinsel wieder zu mir die acht männer standen über guthred und mir die spitzen ihrer schwerter ruhten auf unseren bäuchen und kehlen Grinsend trat tekill die klinge weg die auf meinen hals drückte utred Ragnarsson grüßte er mich »Kjartan sendet dir seine empfehlung der atem rasselte in meiner kehle und ich hustete immer noch wasser ich wollte kämpfen aber die andere Schwertspitze war immer noch auf meine Mitte gerichtet. Citrick! Ein Junge kam näher heran. »Herr?« »Handfesseln«, sagte Teckel, worauf Citrick in einem Lederbeutel kramte und zwei Sklaven Ketten mit Schellen für die Handgelenke zutage förderte. »Sven hat gesagt, ich soll dir ein Auge lassen, damit er sich noch damit vergnügen kann.« »Also, welches Auge soll ich nehmen, Utrecht Ragnarsson? Dein linkes Auge?« oder dein rechtes Auge. Ich versuchte mich von ihm wegzuschieben, doch er hatte sein Knie in meinen rechten Oberarm gebohrt, und ein anderer Mann hielt meinen linken Arm nieder, und dann berührte die Klinge seines Messers die Haut dicht unter meinem linken Auge, und Theke lächelte. Verabschiede dich von deinem Auge, Utret Ragnasson, sagte er. Die Sonne schien und spiegelte sich in der Klinge, so daß mein linkes Auge von ihrem Widerschein erfüllt war, und ich kann diese schillernde helligkeit noch heute nach all diesen jahren vor mir sehen und auch den schrei kann ich immer noch hören es war klapper der schrie es klang wie das schrille kreischen eines jungen bären der gerade kastriert wird die anderen männer von guthreds haustruppe folgten ihm aber es war Klapper, der sie mit unbeholfener Wildheit anführte. Er hatte vergessen, das Tuch abzuwickeln, das die Schneiden seines Schwertes schützte, aber er war so massig und so stark, dass sein umwickeltes Schwert die Wirkung einer Keule hatte. Deckel hatte nur fünf Leute bei sich, und als die dreißig jungen Männer die steile Uferböschung herabstürmten, fühlte ich Teckels Messer über meinen Wangenknochen kratzen, als er sich von mir wegrollte. Ich versuchte, seine Hand mit dem Messer zu packen, aber er war zu schnell, und dann traf ihn Klapper am Kopf und er stolperte, und Rypier schwang sein Schwert gegen Teckels Kehle, und ich schrie, dass ich sie lebend haben wollte. »Lebend! Lass sie leben!« Trotz meines Rufes starben zwei von Teckels Männern. Klapper hatte sein Schwert weggeworfen und Teckel auf der Kiesbank niedergerungen, wo er ihn mit unbändiger Kraft auf den Boden gedrückt hielt. Gut gemacht, Klapper, sagte ich und klopfte ihm auf die Schulter, und er grinste mich an, während ich Teckel das Messer und das Schwert abnahm. Einer meiner Leute hatte einen Schwerthieb in den Oberschenkel abbekommen, aber die anderen waren unverletzt und standen nun grinsend im Wasser und erwarteten ein Lob, wie junge Hunde, die ihren ersten Fuchs zur Strecke gebracht hatten. Das habt ihr gut gemacht, erklärte ich ihnen, und das stimmte auch, denn nun waren Teckel und drei seiner Männer unsere Gefangenen. Citric, der Jüngling, war einer von ihnen, und er hielt immer noch die Ketten in den Händen. Und in meinem Zorn entriss ich sie ihm und schlug ihm damit auf den Kopf. Er hat zwei Leute losgeschickt, um ihre Pferde zu holen, sagte ich zu Ripier, finde sie. Ich schlug noch einmal heftig auf citrick ein, weil ich wollte, dass er vor Schmerzen schrie, aber er blieb still, obwohl ihm das Blut von der Schläfe lief. Die zwei Männer, die Thekels Pferde hatten holen sollen, hatten sich Richtung Osten davon gemacht, ihre Spuren waren leicht zu verfolgen, und als sie in der Dämmerung in einem Weißbuchenhain rasteten, entdeckten wir sie. Der Ältere stellte sich dem Kampf, er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, und war entschlossen, in die Ruhmeshalle Odins einzugehen, und seine Ewigkeit nicht mit den Schrecknissen von Niflheim zu verbringen. Also kam er unter den Bäumen hervor, brüllte eine Herausforderung und ich drückte whitneyer die Fersen in die Flanken, aber Guthred schnitt mir den Weg ab. "Er gehört mir", sagte er, zog sein Schwert und sein Pferd galoppierte los, und zwar vor allem, weil whitneyer der es immer übel nahm, wenn sich ihm etwas in den Weg stellte, seinen kleineren Hengst ins Hinterteil gebissen hatte. Guthred verhielt sich wie ein wahrer König. Er genoss das Kämpfen nicht. Und besaß viel weniger Erfahrung als ich, aber er wollte diesen Mann selbst töten, damit seine Leute nicht sagten, er verstecke sich hinter meinem Schwert. Er meisterte die Sache gut genug. Sein Pferd geriet aus dem Tritt, kurz bevor es Kjartans Mann erreichte, aber das erwies sich als Vorteil, denn das Stolpern brachte Guthred außer Reichweite des Feindes, dessen wildgeschwungenes Schwert harmlos an seiner Hüfte vorbeifuhr, während Guthreds eigener verzweifelter Schlag das Handgelenk des Mannes traf und es brach und danach war es leicht, den Feind niederzureiten und ihn tot zu hacken. Das alles gefiel Gathred nicht, doch er wusste, dass er es tun musste. Gathred hatte Glück gehabt, dass ich sein Pferd vertreten hatte. Aber das ist gut für einen König. Könige brauchen Glück. Später, als wir nach Kärlegerli zurückgekehrt waren, gab ich ihm den alten Helm meines Vaters als Anerkennung für seine Tapferkeit, und er war darüber sehr erfreut. Ich befahl ripier den zweiten Mann zu töten, was er mit ermutigendem Genuss tat. Dann sammelten wir die zwölf Pferde ein, nahmen den beiden Männern ihre Rüstung und ihre Waffen und überließen ihre Leichen den Tieren. Doch zuvor befahl ich Klapper, ihnen die Köpfe abzuschlagen. Klapper starrte mich an wie ein Ochse. Ihre Köpfe, Herr? fragte er. Schlag sie ab, Klapper, sagte ich. Und die hier sind für dich. Ich gab ihm zwei von Tickels Armringen. Er staunte die beiden Silberreifen an, als hätte er noch nie zuvor so etwas Wunderbares gesehen. Für mich, Herr? Du hast uns das Leben gerettet, Klapper. Es war Ripier, der uns hingeführt hat, gab er zu. Er sagte, wir dürften nicht von der Seite des Königs weichen, und ihr wart weggegangen, also mussten wir euch folgen. Und so gab ich Rypier die beiden anderen Armringe, und dann schlug Klapper den toten Männern die Köpfe ab, und erfuhr dabei, wie schwer es ist, einen Nacken zu durchtrennen. Nachdem er es geschafft hatte, nahmen wir die blutigen Köpfe mit zurück nach Kehrligalit, und als wir die zerstörte Siedlung erreicht hatten, ließ ich die beiden anderen Leichen aus dem Flüsschen ziehen und ebenfalls enthaupten. Abt Erdred wollte die vier übrigen Gefangenen aufhängen, aber ich überzeugte ihn davon, Theckel mir zu überlassen, wenigstens für eine Nacht. Ich ließ ihn zu mir in die Ruine eines alten Gebäudes bringen. Ich entzündete ein Feuer. Theckel wurde von Rypier und Klapper zu mir gebracht, und sie wollten bleiben und zusehen, was ich ihm antun würde. Doch ich schickte sie weg. Theckels Gesicht war zerschrammt, und seine Handgelenke mit den Ketten zusammengeschlossen, die er für mich bestimmt hatte. Er setzte sich an einem Ende des alten Raumes auf den Boden, und ich ließ mich auf der anderen Seite des Feuers ihm gegenüber nieder. Du warst der Totenkrieger mit dem Schwert, sagte er nach einer Weile. War ich das? fast musste er lächeln. Der Totenkrieger mit dem Schwert hat Kjartan und seinen Sohn beinahe zu Tode erschreckt. Aber genau das wolltest du ja, oder? Das wollte der Totenkrieger mit dem Schwert, sagte ich. Und jetzt, sagte er, hast du vier von meinen Männern die Köpfe abschlagen lassen, und diese Köpfe wirst du Kjartan überbringen lassen. Ist es nicht so? Ja. Weil du ihnen noch größere Schrecken einjagen willst? Ja, sagte ich. Aber es müssen acht Köpfe sein, sagte er. Oder etwa nicht? Ja, sagte ich wieder. Darauf verzog er sein Gesicht zu einer Grimasse, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und sah hinauf zu den Wolken, die vor dem Halbmond entlangzogen. Hunde jaulten in den Ruinen, und Teckel neigte den Kopf, um auf dieses Geräusch zu lauschen. Kjartan mag Hunde, sagte er. Er hat ein ganzes Rudel von ihnen. Und er setzt sie zu zwei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten ein. Er unterbrach sich und sah mich spöttisch an. Das wolltest du, oder? Dass ich dir alles über Dannholm erzähle und wie du am besten angreifen kannst. All das, sagte ich, weil es um eine Blutfede geht. Das ist es doch, oder? Kjartans Leben zum Ausgleich für den Tod Graf Ragnars.« »Graf Ragnar hat mich aufgezogen«, sagte ich, »und ich habe ihn wie einen Vater geliebt.« »Du wirst feststellen, dass es nicht leicht ist«, sagte er, »und noch schwerer, wenn du gegen Kjartans Hunde kämpfen musst. Er hält sie in einem eigenen Palas. Und unter dem Boden des Hauptraumes liegt Kjartans Hort«, Berge von Gold und Silber. Und wer bewacht diesen Schatz? Das ist eine ihrer Aufgaben, sagte Deckel. Aber die zweite ist es, Menschen zu zerfleischen. Und genau so wird er dich umbringen. Zuerst lässt er dir die Augen herausschneiden und dann lässt er dich von seinen Hunden in Stücke reißen. Oder vielleicht zieht er dir auch ganz langsam die Haut ab. So etwas habe ich ihn schon tun sehen. Kjartan der Grausame, sagte ich. Er wird nicht umsonst so genannt, sagte Deckel. Und warum dienst du ihm dann? Er ist freigebig, sagte Deckel. Kjartan liebt viererlei Hunde, Reichtümer, Frauen und seinen Sohn. Ich mag zweierlei davon, und Kjartan ist mit beidem sehr freigebig. Und die beiden, die du nicht magst? fragte ich. Ich hasse seine Hunde, räumte er ein, und sein Sohn ist ein Feigling. Sven? Das überraschte mich. Als Kind war er kein Feigling. Dicke streckte ein Bein aus. Als Odin sein Auge verlor, sagte er, hat er dadurch Weisheit gewonnen. Aber als Sven sein Auge verlor, hat er dadurch das Fürchten gelernt. Aber sein Vater, der ist kein Feigling. »Ich erinnere mich daran, dass Kjartan tapfer war«, sagte ich. »Tapfer, grausam und gewalttätig«, sagte Teckel. »Und das, Utre Ragnarsson war alles, was ich dir erzählen werde.« ich schüttelte den Kopf. Du wirst mir noch mehr erzählen, weil ich dein Sterben in der Hand habe. Er verstand. Wie ich höre, wollen die Mönche mich aufhängen. Was wollen sie? sagte ich. Und was wirst du stattdessen tun? Mich diesen Kindern ausliefern, die du Soldaten nennst, damit sie an mir üben können? »Wenn du nicht redest«, sagte ich, »wirst du kein Schwert haben.« Ohne Schwert konnte er nicht in die Totenhalle Odins einziehen, und das ängstigte Tekil genug, um ihn zum Reden zu bringen. Tjartan, so erklärte er mir, hatte drei Kämpfertruppen in Dannholm. Zusammen waren es etwa 150 Krieger, aber er verfügte nahe der Festung noch über weitere Leute, die für ihn kämpfen würden, wenn er sie rief. Wenn Kjartan wollte, konnte er insgesamt 400 erfahrene Krieger in die Schlacht führen. Behaltet ihr die Sklaven in Dunholm? Dickel schüttelte den Kopf. Dorthin werden nur die jungen Mädchen geschickt. Die anderen kommen nach Giram. Wir haben zwei Mannschaften in Giram. Das ergab Sinn. Ich war zuvor schon einmal in Giram. An diesem Ort hatte früher ein berühmtes Kloster gestanden, bevor es von Ragnar dem Älteren zerstört worden war. Die Stadt lag am Südufer des Tyne, in der Nähe des Meeres, so dass sich der Ort sehr gut dazu eignete, Sklaven zu verschiffen. Ich habe Durst, sagte Teckel. Ripe hier, rief ich. Bringt Bier. Ich gab Teckel einen Humpen Bier, etwas Brot und kaltes Ziegenfleisch. Und beim Essen sprach er von Dannholm und versicherte mir, es sei wirklich uneinnehmbar. Die einzige Möglichkeit ist, von Norden zu kommen, sagte er, und der Zugang ist eng und steil. Deshalb kannst du auch mit dem größten Heer der Welt immer nur ein paar Mann gleichzeitig gegen die Verteidiger führen. Hatte schon mal jemand versucht? Ivar ist gekommen und hat uns vier Tage lang in Augenschein genommen und ist wieder abgezogen. Davor war Graf Ragnars Sohn da und er ist noch kürzer geblieben. Man könnte die Festung aushungern, nehme ich an, aber das dauert ein Jahr. Und wer kann sich schon die Verpflegung einer Belagerungstruppe über ein ganzes Jahr hinweg leisten? Er schüttelte den Kopf. Dannholm ist wie Bebernburg, uneinnehmbar. Und dennoch sollte mich mein Schicksal an diese beiden Orte führen. Ich dachte schweigend nach, bis Deckel die schweren Ketten hochhob, als wolle er feststellen, ob er sie zerreißen könne. Er konnte es nicht. Und jetzt sage mir, wie ich sterben werde. Ich habe noch eine Frage. Tira Ragnasdottir lebt sie noch? Sie war von Anfang an als Svens Frau vorgesehen, sagte Deckel. Er hat sie auf sein Lager gezwungen. Aber inzwischen rührt er sie nicht mehr an. Sie ängstigte ihn, also ist sie eingesperrt worden. Und Kjartan lässt sich ihre Träume erzählen. Ihre Träume? Die Götter sprechen durch sie. Das glaubt jedenfalls Kjartan. Und was glaubst du? Ich glaube, das Weib ist verrückt. Ich starrte ihn durch die Flammen hindurch an. Verrückt? Sie verletzt sich selbst, sagte Deckel und zog seine rechte Handkante über den linken Arm. Sie jammert, ritzt sich das Fleisch auf und spricht Verwünschungen aus. Kiartan fürchtet sich vor ihr. Und Sven? Deckel zog ein Gesicht. Er fürchtet sich noch mehr vor ihr. Er will ihren Tod. Und warum ist sie dann nicht tot? Weil ihr die Hunde nichts tun, sagte Deckel. Und weil Kjartan glaubt, dass sie in die Zukunft schauen kann. Sie hat ihm gesagt, der Totenkrieger mit dem Schwert würde ihn umbringen. Und er hat ihr halb geglaubt. Der Totenkrieger mit dem Schwert wird Kjartan umbringen, sagte ich. Und morgen werde ich dich umbringen. Und. Ich habe ein Schwert in der Hand? In beiden Händen, wenn du willst, sagte ich, weil dich der Totenkrieger mit dem Schwert so oder so umbringen wird. Er nickte, dann schloss er die Augen und lehnte sich wieder mit dem Rücken an die Wand. »Citric«, erklärte er mir, ist Kjartans Sohn. Er ist Svens Bruder? fragte ich. Sein Halbbruder. Citrix Mutter war ein sächsisches Sklavenmädchen. Jartan hat sie den Hunden vorgeworfen, als er glaubte, sie habe ihn vergiften wollen. Citrick hat er am Leben gelassen, weil er mein Diener ist und ich mich für ihn eingesetzt habe. Er ist ein guter Junge. Du solltest ihn lieber nicht töten. Aber ich brauche acht Köpfe, erinnerte ich ihn. Ja, sagte er müde. Die brauchst du. Das Schicksal ist unausweichlich. Abt Erdred wollte die vier Männer hängen, oder ertränken, oder erwürgen. Er wollte, dass sie einen ehrlosen Tod sterben und vergessen werden würden. Sie haben unseren König angegriffen, rief er leidenschaftlich. Und deshalb müssen sie einen elenden Tod sterben. Wir stritten uns auf dem Hang direkt unter der neuen Kirche, und die vier Gefangenen, alle in Ketten oder Fesseln, saßen unter der Bewachung von Guthreds Haustruppe auf dem Boden und erwarteten, gemeinsam mit vielen Leuten aus der Stadt, Guthreds Entscheidung. Erdred ließ einen Wortschwall auf den König niedergehen, indem er behauptete, Schwäche zu zeigen würde Guthreds Macht untergraben. Die Geistlichen waren mit dem Abt einer Meinung, aber das war keine Überraschung. Und seine größten Mitstreiter waren zwei, gerade erst eingetroffene Mönche, Jenbirth und Aida. Sie waren im Auftrag des Abtes auf der anderen Seite der Hügel unterwegs gewesen, doch nun waren sie zurück in Kerle Galit und setzten sich stürmisch für einen schmählichen, qualvollen Tod der Gefangenen ein. Verbrennt sie! drängte Jenbirth. Ebenso wie die Heiden so viele unserer Heiligen verbrannt haben. Röstet sie auf Höllenflammen! Hängt sie auf! Beharrte Abt Erdred. Ich konnte spüren, auch wenn Erdred das nicht tat, dass die kumbrischen Dänen, die sich Guthred angeschlossen hatten, an dem Ungestüm der Priester Anstoß nahmen. Also zog ich den König beiseite. Glaubt ihr, ohne die Dänen König bleiben zu können? fragte ich ihn. Natürlich nicht. Aber wenn ihr andere Dänen zu Tode foltert, wird ihnen das nicht gefallen. Sie werden denken, ihr zieht ihnen die Sachsen vor. Guthred wirkte beunruhigt. Was würde Alfred tun?", fragte er mich. "Er würde beten", sagte ich. "Und genauso würde er alle seine Mönche und Priester beten lassen. Aber am Ende würde er tun, was auch immer notwendig ist, um das Königreich nicht zu gefährden." Guthred nickte und dann ging er mit gerunzelter Stirn zu Erdred. Noch einen Tag oder zwei, sagte Garfred laut genug, damit ihn die meisten Leute hören konnten, dann ziehen wir Richtung Osten. Wir werden die Hügel überqueren und unseren segensreichen Heiligen in ein neues Zuhause in einem heiligen Land bringen. Wir werden über unsere Feinde siegen, wer sie auch sein mögen, und wir werden ein neues Königreich errichten.« Er sprach Dänisch, doch seine Worte wurden von drei oder vier Männern ins Englische übersetzt. »Dies alles wird geschehen,« sagte er, »weil Gott und der heilige St. Cuthbert, meinem Freund, Abt Erdred, einen Traum gesandt haben. Wenn wir diesen Ort verlassen, um über die Hügel zu ziehen, werden wir das mit Gottes Segen«, und mit St. Cuthbert's Hilfe tun. Und wir werden ein besseres Königreich, ein geheiligtes Königreich errichten, das von der Zauberkraft des Christentums beschützt werden wird. Erdred runzelte bei dem Wort Zauberkraft die Stirn, doch er erhob keinen Einspruch. Und wir werden ein Königreich der Gerechtigkeit haben, sprach Guthred sehr laut weiter. Ein Königreich, in dem jeder Mann Gott und dem König vertraut, aber in dem nicht jeder Mann denselben Gott verehrt. Nun hörten ihm alle zu, und zwar mit voller Aufmerksamkeit. Und ich werde nicht der König eines Landes sein, in dem manchen Männern die Gebräuche anderer Männer aufgezwungen werden. Und es gehört zu den Gebräuchen dieser Männer, er deutete auf Tekel und seine Gefährten, mit einem Schwert in der Hand zu sterben. Und deshalb sei es so. Und Gott sei ihren Seelen gnädig. Kein Laut war zu hören. Dann wandte sich guthred zu Erdred um und senkte seine Stimme. Hier gibt es Leute, sagte er auf Englisch, die glauben, wir können die Dänen nicht im Kampf besiegen. Also sollen Sie es jetzt sehen? Erdred erstarrte und zwang sich dann zu einem Nicken. Wie Ihr befehlt, Herr König, sagte er. Also wurden die Haselzweige geholt. Die Dänen kennen die Regeln dieses Kampfes, der innerhalb eines Feldes ausgetragen wird, dessen Ausmaße entlaubte Haselruten anzeigen. Bei diesem Kampf überlebt nur einer der beiden Gegner, und wenn einer der Männer aus dem angezeigten Bereich flieht, darf ihn jeder töten. Guthred wollte selbst gegen Deckel antreten, aber ich spürte, dass er diesen Vorschlag nur machte, weil er von ihm erwartet wurde und Guthred in Wahrheit nicht gegen einen erfahrenen Krieger kämpfen wollte. Ich übernehme sie alle, bestimmte ich, und er widersprach nicht. Heute bin ich alt. So alt. Manchmal vergesse ich sogar, wie alt. Aber es muss wohl achtzig Jahre her sein, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist. Und nur wenige Männer leben so lange. Und nur wenige, die im Schildwall kämpfen, leben halb so lange. Und 878, dem Jahr, in dem Alfred Guthrum besiegte, und dem Jahr, in dem Guthrid den Thron Nordumbriens bestieg war ich gerade 21, und mein Name war überall bekannt, wo Schwerterklingen gewetzt wurden. Ich war ein Krieger, ein Schwertkrieger, und ich war stolz darauf. Tequil wusste das. Er war gut. Er hatte in vielen Schlachten gekämpft, aber als er über die Haselruten trat, wusste er dennoch, dass er ein toter Mann war. Das Schicksal ist unausweichlich sagen wir. Und es stimmt. Deckel kämpfte mit Schwert und Schild, und ich hatte ihm auch sein Kettenhemd zurückgegeben, so dass niemand sagen konnte, ich sei ihm gegenüber im Vorteil gewesen. Ich selbst kämpfte ohne jede Rüstung und auch ohne Schild. Ich war überheblich und mir war bewusst, dass Gisela zusah. Und in meinem Kopf beschloss ich, Thekel für sie zu töten. Thekel stürmte auf mich zu und hoffte, mich mit seinem Schild niederwerfen zu können, um dann mit seinem Schwert auf mich einzuhacken. Aber ich wich ihm einfach aus. Und danach blieb ich immer in Bewegung. Das ist das Geheimnis, wenn man einen Schwertkampf gewinnen will, in Bewegung bleiben, tanzen. Im Schildwall kann sich ein Mann nicht bewegen, nur zustechen und schlagen und hacken und den Schild oben halten, aber im haselroten Feld hängt von deiner Geschmeidigkeit dein Leben ab. Der andere Mann muss herausgefordert und aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und Tickel war langsam, denn er trug sein Kettenhemd. Und ich war unbelastet, aber sogar mit einer Rüstung war ich noch schnell. Und Tickel hatte keine Aussicht, mit meiner Geschwindigkeit Schritt zu halten. Er ging erneut auf mich los, und ich ließ ihn an mir vorbeilaufen. Er wollte sich gerade wieder zu mir herumdrehen, doch ich war schneller und Schlangenhauch traf ihn im Nacken, und er brach im Staub zusammen. Danach tötete ich ihn schnell, und er ging in die Totenhalle ein, in der er mich eines Tages empfangen wird. Die Menge klatschte. Gisela lächelte mich an. Hilt sah nicht zu. Sie stand mit Pater Willibald am Rande der Menge. Die beiden verbrachten lange Stunden mit Gesprächen, und ich wusste, dass sie über christliche Fragen redeten. Die nächsten beiden Gefangenen bebten vor Angst. Thekel war ihr Anführer gewesen, und ein Mann führt die anderen an, weil er der beste Kämpfer ist. In Thekels unvermitteltem Sterben sahen sie ihren eigenen Tod. Und so kämpfte keiner von den beiden ernsthaft. Nun war noch Citric übrig, der Junge. Die Mönche schubsten ihn in das Feld. Ich sah sofort, dass Citric nicht einmal wusste, wie man ein Schwert richtig hält. Sein Tod würde mir nicht mehr Mühe bereiten, als eine Fliege zu erschlagen. Auch er wusste das, und er schluchzte. Ich brauchte acht Köpfe. Ich hatte sieben. Ich starrte den Jungen an, und er konnte meinem Blick nicht standhalten. Er wandte seine Augen ab und hatte nun die blutgetränkten Stellen vor Augen, von denen die Leichen seiner drei Gefährten weggeschleppt worden waren. Da fiel er auf die Knie. Die Menge raste vor Vergnügen. Die Mönche riefen mir zu, ich solle ihn töten. Stattdessen aber wartete ich ab, was Cedric tun würde. Und ich sah, dass er seine Furcht meisterte. Ich sah die Anstrengung, die es ihn kostete, sein Flennen zu unterdrücken seinen Atem zu verlangsamen und die Herrschaft über seine zitternden Beine wieder zu gewinnen, so dass er schließlich aufstehen konnte. Er packte seinen Schild, und dann sah er mir in die Augen. Ich deutete auf sein Schwert, und gehorsam erhob er es, so dass er wie ein Mann sterben würde. Auf seiner Stirn hatten meine Hiebe mit den Sklavenketten blutige Schrammen hinterlassen. Wie hieß deine Mutter? fragte ich ihn. Er starrte mich an und schien unfähig zu sprechen. Wie hieß deine Mutter? fragte ich ihn erneut. Elflet, sagte er zögernd. Elflet Herr, berichtigte ich ihn. Sie hieß Elflet Herr, sagte er. War sie Sechsin? Ja, Herr. Und hat sie versucht, deinen Vater zu vergiften? Er schwieg einen Moment, dann ging ihm auf, dass ihm die Wahrheit nicht mehr schaden konnte. Ja, Herr. Und wie? Ich musste meine Stimme erheben, um den Lärm der Menge zu übertönen. Mit den schwarzen Beeren, Herr. Tollkirschen? Ja, Herr. Liebt dich dein Vater? fragte ich. Diese Frage verwirrte ihn. Mich lieben? Kjartan, er ist dein Vater, oder nicht? Ich kenne ihn kaum, Herr, sagte Cedric, und das stimmte wahrscheinlich. Kjartan hatte in Danholm bestimmt hundert Belger in die Welt gesetzt. Und deine Mutter? fragte ich. Ich habe sie geliebt, Herr, sagte Cedric und kämpfte wieder mit den Tränen. Ich ging näher an ihn heran. Und sein Schwertarm schwankte, doch er versuchte sich aufrecht zu halten. Auf die Knie, Junge, sagte ich. Mit einem Mal sah er mich aufsässig an. Ich will ehrenvoll sterben, sagte er, und seine Stimme war schrill vor Angst. Auf die Knie, schnarrte ich, und meine Stimme jagte ihm so viel Schrecken ein, dass er auf die Knie fiel und sich nicht rühren konnte, als ich vor ihn trat. Er zuckte zusammen, als ich Schlangenhauch umdrehte, weil er erwartete, dass ich ihm den schweren Knauf überziehen würde. Doch als ich ihm das Heft des Schwertes entgegenhielt, überzog ungläubiges Staunen sein Gesicht. Fass an, sagte ich, und sprich die Formel. Er starrte immer noch zu mir hoch, schaffte es endlich, seinen Schild und sein Schwert loszulassen, und legte seine Hand auf Schlangenhauchs Heft. Ich legte meine Hand über seine. Sprich die Formel, forderte ich ihn erneut auf. Ich bin Euer Mann, Herr, sagte er und sah zu mir empor, und ich werde Euch dienen bis in den Tod. Und darüber hinaus, sagte ich. Und darüber hinaus. Das schwöre ich. Yenberth und Ida legten als erste Widerspruch ein. Die beiden Mönche traten über die Haselruten in das Kampffeld und schrien, der Junge müsse sterben. Es sei Gottes Wille, dass er sterbe. Und citric zuckte erneut zusammen, als ich ihm Schlangenhauch wegzog und das Schwert herumschwang. Die Klinge, rot von frischem Blut und schartig vom Kampf zischte zu den Mönchen, und mit der Spitze genau vor Jenbirths Gurgel hielt ich sie unvermittelt bewegungslos. Raserei wollte mich überwältigen, die Raserei der Schlacht, der Blutrausch, die Lust am Töten. Doch alles was ich tun konnte, war zu verhindern, daß Schlangenhauch sich noch ein Leben nahm. Mein Schwert wollte es. Ich spürte sein zitterndes Verlangen in meiner Hand. Citric ist mein Mann sagte ich zu dem Mönch, und wenn ihm irgendjemand etwas tut, ist er mein Feind, und ich bringe dich um, Mönch, wenn du ihm etwas tust, und ich tue es, ohne ein zweites Mal darüber nachzudenken. Ich brüllte inzwischen und drängte ihn zurück. Ich bestand nur noch aus Wut und Blutrünstigkeit, und ich wollte seine Seele. Leugnet hier irgendjemand? Rief ich, und es gelang mir endlich Schlangenhauchs Spitze von Yenbirths Kehle zu entfernen und das Schwert einmal im Kreis zu schwingen, damit sich die gesamte Menge angesprochen fühlte, dass Citrick mein Mann ist. Irgendjemand! Niemand sagte ein Wort. Aber die Stille befriedigte meinen Zorn nicht. Irgendjemand! rief ich erneut und hoffte verzweifelt auf einen, der meine Herausforderung annehmen würde. Jenberth beobachtete mich er hatte ein schmales dunkles gesicht und verschlagene augen sein mund war entstellt vielleicht war ihm als kind ein unglück zugestoßen und diese entstellung verlieh ihm einen spottenden ausdruck ich wollte ihm seine verfaulte seele aus dem mageren körper reißen er wollte meine seele auch aber er wagte keine bewegung und auch sonst bewegte sich niemand bis guthred über die haselruten trat und citric seine hand entgegenstreckte »Willkommen«, sagte er zu dem Jungen. Pater Willibald trat ebenfalls über die Haselruten. »Ihr könnt euer Schwert wieder in die Scheide stecken, Herr«, sagte er sanft. Er fürchtete sich zu sehr, um mir wirklich nahe zu kommen, war aber tapfer genug, sich vor mich zu stellen. »Der Junge bleibt am Leben«, knurrte ich ihn zornerfüllt an. »Ja«, sagte Willibald leise. Der Junge bleibt am Leben. Gisela beobachtete mich, und ihre Augen strahlten genauso wie in dem Moment, in dem sie ihren Bruder willkommen geheißen hatte, als er aus der Sklaverei heimkehrte. Hild beobachtete Gisela, und mir fehlte immer noch ein abgeschlagener Kopf. Wir machten uns im Morgengrauen auf den Weg. Eine Streitmacht zog in den Krieg. Ulf's Männer bildeten die Vorhut. Dann kam die Horde Kirchenleute, die Abt Ædred's wertvolle Kästen trugen, und nach ihnen folgte Guthred auf einer weißen Stute. Gisela ging an der Seite ihres Bruders, und ich lief knapp dahinter, während Hild Whitney am Zügel führte. Wenn sie müde wurde, bestand ich jedoch darauf, dass sie aufstieg und ritt. Hild sah aus wie eine Nonne. Sie hatte ihr langes, goldenes Haar geflochten, und um den Hals hatte sie sich ein einfaches Holzkreuz gehängt, das sie beim Reiten oftmals betastete. Sind dir wieder die Priester mit ihrem entnervenden Drängen zu Leibe gerückt? sagte ich. Gott ist mir zu Leibe gerückt, sagte sie. Gefällt es dir nicht, frei zu sein? fragte ich sie in unfreundlichem Ton. Darüber lachte Hild nur. Ich bin eine Frau, sagte sie. Wie kann ich frei sein? Und sie hatte recht. Sie war eine Frau von guter Herkunft, und wenn man sie damals nicht der Kirche übergeben hätte, dann hätte man sie einem Mann gegeben. So ist das Schicksal der Frauen. Jetzt bist du frei. Nein sagte sie. Ich bin von dir abhängig. Sie warf einen Blick auf Gisela, die gerade über etwas lachte, was ihr Bruder gesagt hatte. Und du sorgst dich sehr darum, Utret, mich nicht zu beschämen. Sie meinte, dass ich sie nicht demütigte, indem ich sie aufgab, um Gisela nachzusteigen, und das stimmte. Aber nur gerade eben noch. Sie sah mein Gesicht, und lachte In vieler Hinsicht, sagte sie, bist du ein guter Christ? Bin ich das? Du versuchst das richtige zu tun, oder? Sie lachte über meine entsetzte Miene. Ich will, dass du mir etwas versprichst. Wenn ich es kann, erwiderte ich misstrauisch. Versprich mir, nicht den Kopf des heiligen Oswald zu stehlen, damit du auf deine acht Köpfe kommst. Ich lachte und war erleichtert. Ich hatte es überlegt, gab ich zu. Ich weiß, sagte sie. Die sieben Köpfe waren mittlerweile in einen Sack eingenäht worden, den Citric einem Esel aufgebürdet hatte, den er an einem Strick führte. Fliegen summten um den Sack herum, von dem ein so grässlicher Gestank ausging, daß Citric alleine für sich lief. Wir waren eine seltsame Streitmacht. Ohne die Geistlichen zählten wir 318 Männer, und mit uns zogen mindestens noch einmal so viele Frauen und Kinder und die übliche Hundemeute. Es waren 60 oder 70 Mönche und Priester, und ich hätte jeden von ihnen sofort gegen mehr Pferde oder mehr Kämpfer eingetauscht. In Wahrheit waren wir gar keine Streitmacht, sondern nur ein wahllos zusammengewürfelter Haufen. Wir folgten den Römerstraßen über die Hügel. Es dauerte fünf Tage und jeden Tag stießen neue Leute zu uns, so dass wir am letzten Tag, an dem wir über die große Ebene auf Air zu marschierten, fast fünfhundert Männer waren. Doch sie reichten nicht annähernd, um Erfwrwig einzunehmen, falls Egbert vorhatte, sich zu verteidigen. Doch Egbert war in einer verzweifelten Lage. In Furwick war Ivars Rückkehr erwartet worden, und viele der Bewohner hatten die Stadt verlassen, weil sie sich vor der Rache der Dänen fürchteten. Egbert hatte natürlich eine Leibwache, doch die meisten seiner Leute waren ebenfalls geflüchtet. Danach zählte seine Haustruppe nur noch achtundzwanzig Männer. Die Bewohner von Furwick hießen uns willkommen. Als sie erfuhren, dass sie einen neuen König hatten, waren sie zufrieden. Was ihnen am besten gefiel war natürlich die Anwesenheit St. Cuthbert's. Erdred lehnte den Sarg des Heiligen in der Kirche des Erzbischofs schräg an die Wand und öffnete den Deckel. Die Leute drängten sich in Scharen herein, um den toten Mann zu sehen und zu ihm zu beten. Wulfherr, der Erzbischof, war nicht in der Stadt. Doch Pater Rothweard predigte immer noch den Wahnsinn. Er stellte sich sofort auf Erdreds Seite. Der Abt trachtete mit allem Eifer danach, die Christen Furwigs vor Guthrids Dänen zu schützen. Daraufhin gab es Streitereien, doch viele waren es nicht. Die Leute von Furwig waren vernünftig genug, lieber ein paar Münzen, Verpflegung und Bier zu verteilen, als sich ausrauben zu lassen. Außerdem fand Guthrid im Palas einige Truhen mit Silber und gab das Geld an seine Streitmacht aus. Und weil es außerdem in den Gasthäusern genügend Bier gab, waren die Männer von Kumbrien erst einmal zufrieden. Was würde Olfred jetzt tun? fragte mich Guthred an unserem ersten Abend in Al An diese Frage gewöhnte ich mich langsam, denn Guthred war zu der Überzeugung gekommen, Olfred sei ein König, dem es nachzueifern gelte, dieses Mal ging es bei seiner Frage um Eckbert, der in seinem Schlafzimmer aufgespürt worden war. Sie hatten Eckbert in den großen Saal gezerrt, wo er auf die Knie gefallen war, und Guthred Treue geschworen hatte. Eckbert sah alt, krank und unglücklich aus, während Guthred ein strahlender junger Herrscher war. Er begegnete dem entthronten König heiter und zog ihn von den Knien hoch, küßte ihn auf beide Wangen und bat ihn dann. Voller Höflichkeit neben ihm Platz zu nehmen. Bring den alten Bastard um, sagte Ulf. Mir steht der Sinn danach, gnädig zu sein, sagte Guthrit hoheitsvoll. Euch steht der Sinn danach, ein Narr zu sein, gab Ulf zurück. Als die Zeremonie vorüber war und auch Erdred seine unendliche Predigt zum Abschluss gebracht hatte, ging Guthred mit mir durch die Stadt. Ich glaube, er wollte sich in seiner neuen Rüstung zeigen. Er trank in jedem Gasthaus Bier, scherzte mit seinen Männern auf Englisch und Dänisch und küsste wenigstens fünfzig Mädchen. Doch dann führte er mich zum Festungswall, und wir gingen ihn schweigend entlang. Guthried fragte mich Was würde Alfred tun? Guthried hatte etwas an sich, das mich immer dazu brachte, ihm die Wahrheit zu sagen, oder jedenfalls meistens. Er würde Egbert leben lassen, sagte ich. Aber Alfred, ist ihm ein frommer Narr? Nein, das ist er nicht, sagte Guthret. Er fürchtet sich schrecklich davor, Gottes Unwillen zu erregen, sagte ich. Sich vor Gottes Unwillen zu fürchten, ist sehr vernünftig, sagte Guthret. »Bringt Egbert um, Herr«, sagte ich drängend. »Wenn ihr ihn nicht umbringt, wird er versuchen, sein Königreich zurückzubekommen.« »Egbert ist ein Feind.« »Egbert ist ein alter Mann. Es geht ihm nicht gut.« »Und er hat Angst«, sagte Gathred langmütig. »Dann befreit den armen Hund doch von seinem Elend«, beharrte ich. »Ich kann es euch auch abnehmen.« »Was seid euch Abt Erdred zu tun?« das gleiche wie ihr und Ulf natürlich, Egbert zu töten. Wenigstens einmal hat Oedred recht. Aber Alfred würde ihn nicht töten, sagte er fest. Alfred ist König von Wessex, sagte ich. Er hat keinen Gegner wie Ivar. Aber Alfred ist ein guter König, beharrte Guthred. Ich trat vor hilfloser Enttäuschung an einen Schamspfahl. Warum wollt ihr Egbert am Leben lassen? fragte ich. Weil euch das Volk lieben soll? Ich will, dass mich die Leute mögen, sagte er. Sie sollten euch fürchten, sagte ich leidenschaftlich. Ihr seid ein König. Ihr müsst mitleidlos sein. Man muss euch fürchten. Wird Alfred gefürchtet? Ja, sagte ich. Und es überraschte mich, dass dies die Wahrheit war. Weil er mitleidlos ist? Ich schüttelte den Kopf. Die Männer fürchten sein Missfallen. Ich hatte nie zuvor darüber nachgedacht, doch mit einem Mal war es mir klar. Alfred war nicht mitleidlos. Sein Wesen war gnädig, aber er wurde dennoch gefürchtet. Ich glaube, die Leute verstanden, dass Alfred unter einer Ordnung stand, genau wie sie unter seinem Gesetz standen. Alfreds Ordnung, war seine Gottesfurcht und dieser Gottesfurcht würde er niemals entkommen. Er würde nie so gut sein können, wie er es erstrebte, aber er würde trotzdem nicht aufhören, es zu versuchen. Ich hätte auch gerne, dass die Leute mein Missfallen fürchten, sagte Garthred sanft. Dann lasst mich Egbert töten, sagte ich, aber den Atem hätte ich mir sparen können, Guthred, Angetrieben von seiner Verehrung für Orfred, verschonte Egbert, und später erwies sich, dass er damit das Richtige getan hatte. Er schickte den alten König in ein Kloster auf der Südseite des Flusses und hieß die Mönche darauf zu achten, dass Egbert das Klostergelände nicht verließ, und das taten sie auch. Es war inzwischen Hochsommer geworden, und ich fürchtete jeden Tag, Ivar's Männer würden südwärts in unsere Richtung ziehen. Doch stattdessen verbreiteten sich Gerüchte über eine große Schlacht zwischen Ivar und den Schotten. Solche Gerüchte gibt es immer, und die meisten sind falsch, also glaubte ich sie nicht. Guthred jedoch beschloss, die Geschichte zu glauben und erlaubte den meisten Männern seiner Streitmacht nach Kumbrien zurückzukehren und ihre Ernte einzubringen. Guthreds Haustruppe war geblieben, und jeden Morgen ließ ich sie mit Schwert, Schild und Speer üben. Ich hielt Guthred für einen Tölpel weil er die meisten seiner Leute hatte gehen lassen. Aber er sagte, dass sein Volk ohne die Ernte verhungern würde und dass er sicher sei, die Männer würden zurückkehren. Und erneut hatte er recht. Ulf führte sie von Kumbrien zurück und wollte wissen, welche Aufgaben der Streitmacht bevorstanden. »Wir ziehen nach Norden und entmachten Kjartan«, sagte Gathred. »Und Elfric«, drängte ich. »Natürlich.« sagte Guthred. Er beschloss, eine Gesandtschaft zu Alfred zu schicken. Es war Teil seines Friedensabkommens mit Alfred gewesen, dass er sich hatte taufen lassen. Sein Taufname lautete Aethelstan, was so viel wie wertvoller Stein bedeutet, und Alfred war sein Pate. Er wählte vier Dänen und vier Sachsen aus, weil er glaubte, solch eine Gruppe käme auf ihrem Ritt unbeschadet durch dänisches und sächsisches Gebiet. Willibald sollte seine Botschaft überbringen. Willibald schrieb sie auch nieder, und seine Feder kratzte über das Stück frisch geschabtes Pergament. Mit Gottes Hilfe, sprach ihm Guthrie vor, habe ich das Königreich Nordumbrien eingenommen. Und ich bin entschlossen, dieses Land durch Gottes Gnade in Frieden und Gerechtigkeit zu regieren. Zwar erwähnte er, dass es immer noch Feinde gab, die diese Absicht zunichte machen konnten, aber er ließ sie unbedeutend erscheinen, als wären Ivar, Kjartan und Elfrick nur mindere Hindernisse auf seinem Weg. Er bat auch darum, dass Alfred für ihn beten sollte, und versicherte dem König von Wessex, die Christen von Haliber Folkland schlössen ihn jeden Tag in ihre Gebete ein. Ich sollte Alfred auch ein Geschenk bringen lassen, sagte Gathred, was würde ihm wohl gefallen? Eine Reliquie, schlug ich säuerlich vor. Und der Vorschlag war gut, denn Alfred liebte nichts mehr als heilige Reliquien. Doch davon gab es in Erfverweg nicht viele zu holen. Der Erzbischof hatte sie mitgenommen, und niemand wusste genau, wohin Wolfher gegangen war. Schließlich machte ich den Vorschlag, dem heiligen Oswald zwei von seinen drei Zähnen zu ziehen. Erdred wollte das zuerst nicht. Aber dann fand er den Vorschlag doch nicht schlecht. Also zog einer der Mönche dem toten König zwei seiner gelben Hauer, und dann wurden sie in einen wunderschönen Silbertopf gelegt, in dem Öckbert früher geräucherte Austern aufbewahrt hatte. Die Gesandtschaft brach an einem Morgen im späten August auf. Ich nahm Willibald zur Seite. Ihr werdet etwas für mich tun, Pater, sagte ich. Wenn es möglich ist erwiderte er vorsichtig. Richtet dem König meinen Gruß aus, sagte ich. Auf Willibalds Gesicht zeigte sich Erleichterung. Ich will, dass ihr Graf Ragnar findet. Er riss die Augen auf. Die Geisel? fragte er. Findet ihn, sagte ich, und richtet ihm eine Botschaft von mir aus. Sagt ihm, dass ich in den Norden gehe, um Kjartan zu töten. Und sagt ihm, dass seine Schwester lebt. Sagt ihm, dass ich alles tun werde, um sie zu finden und in Sicherheit zu bringen. Sagt ihm, das schwöre ich bei meinem Leben. Euer Onkel ist König von Bebernburg, sagte Gathred auf dem Zug nach Norden zu mir. Nennt er sich selbst so? fragte ich erbost. Nein, nein, dazu ist er zu klug. Aber wenn man es genau betrachtet, ist er genau das. Kjartans Land wirkt wie ein Schutzwald für ihn, nicht wahr? Und so gelten die Gesetze von Furwick nicht über Dunholm hinaus. Früher waren wir die Könige von bebernburg sagte ich. Tatsächlich. Das überraschte Guthred. Könige von Nordumbrien? Von Bernicia, sagte ich. Diesen Namen hatte Guthred nie gehört. Das war das ganze nördliche Nordumbrien, sagte ich. Und alles um Furwick war das Königreich von Deira. Haben Sie sich zusammengeschlossen? fragte Guthried. Wir haben Ihren letzten König umgebracht, sagte ich, aber das ist schon vor sehr vielen Jahren geschehen, bevor sich das Christentum ausgebreitet hat. Also habt Ihr hier Anspruch auf die Königswürde? fragte er, und zu meinem Erstaunen klang Misstrauen aus seiner Stimme. Ich starrte ihn an, und er wurde rot. Ich lachte ihn aus, Herr König, sagte ich, wenn Ihr mich auf Bebernburg wieder einsetzt, werde ich das Knie vor Euch beugen und Euch und euren Erben lebenslange Treue schwören. Erben, sagte er fröhlich, Hast du Osper gesehen? Habe ich, sagte ich. Sie war Egberts Nichte, ein Sachsenmädchen, vierzehn Jahre alt, dunkelhaarig und besaß ein pummeliges, hübsches Gesicht. Wenn ich sie heirate, fragte mich Gathred. »Kann Hild dann Ihre Begleiterin werden?« »Fragt sie,« sagte ich. »Ich vermute, es wäre eine Ehre für sie.« Wir rasteten in der ersten Nacht bei rippen wo Gathred, Erdred und die Schar der Geistlichen in einem kleinen Kloster unterkamen. Unser Heer bestand jetzt aus fast sechshundert Mann, und nahezu die Hälfte von ihnen war beritten. Daher erhellten Lagerfeuer alle Felder rund um das Kloster. Als Anführer der Haustruppe lagerte ich am nächsten bei den Gebäuden. Und meine jungen Männer, inzwischen vierzig an der Zahl, die beim Plündern in Erfurwick fast alle ein Kettenhemd gefunden hatten, schliefen dicht am Klostertor. Ich übernahm mit Klapper und zwei Sachsen die erste Wache. Citric war bei mir. Ich nannte ihn meinen Diener. Aber er lernte auch mit Schwert und Schild umzugehen und ich vermutete, dass er in ein oder zwei Jahren einen guten Soldaten abgeben würde. Hast du die Köpfe sicher verstaut? fragte ich ihn. Man riecht sie bis hierher, jammerte Klapper. Sie riechen nicht schlechter als du, Klapper, gab ich zurück. Sie sind sicher aufbewahrt, Herr, sagte Citrick. Ich sollte acht Köpfe haben, sagte ich und legte meine Hände um Citricks Hals. Was für ein hübsches, mageres Hälschen, Citrick! Aber ein sehr widerstandsfähiges Hälschen, Herr sagte er. In diesem Moment öffnete sich die Klostertür, und angetan mit einem schwarzen Umhang schlüpfte Gisela heraus. Ich kann nicht schlafen. Ich möchte ein bisschen gehen. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, und das Lagerfeuer ließ ihre Zähne glitzern und spiegelte sich in ihren großen Augen. Wo möchtet ihr entlang gehen? fragte ich. Sie zuckte mit den Schultern, und ich dachte an Hild, die im Kloster schlief. Ich übertrage dir die Verantwortung, Klapper, sagte ich. Und wenn Ivar kommt, dann bring den Bastard um. Ja, Herr. Ich hörte die Wachen kichern, als wir die ersten Schritte getan hatten. Mit einem Knurren brachte ich sie zum Schweigen. Dann führte ich Gisela zu den Bäumen östlich des Klosters. Denn dort war es sehr dunkel. Sie nahm meine Hand. Sie sagte nichts. Es genügte ihr einfach, dicht neben mir zu gehen. Hast du keine Angst im Dunkeln? fragte ich sie. Nicht mit dir. Als Kind, sagte ich, habe ich mich in einen Shadowgängern verwandelt. Was ist ein Shadowgängern? Es war ein sächsisches Wort und sie kannte es nicht. Ein Schattenwandler, erklärte ich, ein Wesen, das in der Nacht umgeht. Eine Eule, rief ganz in der Nähe, und Giselas Finger schlossen sich unwillkürlich fester um meine. Unter einigen Buchen, durch die der Wind rauschte, blieben wir stehen. Ich legte ihr die Hand unter das Kinn und sah zu ihr hinunter. Sie war groß aber immer noch einen Kopf kleiner als ich sie ließ sich mustern und als ich einen finger sanft ihren langen nasenrücken entlang gleiten ließ schloss sie die augen ich äh, ja sagte sie als wüsste sie was ich hatte sagen wollen ich zwang mich dazu mich von ihr abzuwenden ich kann Hild nicht unglücklich machen. Sie hat mir erzählt, sagte Gisela, dass sie mit Pater Willibald nach Wessex zurückgegangen wäre. Aber sie will noch warten, ob du Dunholm einnehmen kannst. Sie sagt, dafür betet sie. Und wenn du es schaffst, wäre es das Zeichen Gottes, dass sie zurück in ihren Konvent gehen muss. Ich streichelte Giselas Gesicht. Dann sollten wir warten, bis Dannholm eingenommen ist, sagte ich. Und es war nicht das, was ich eigentlich gern gesagt hätte. Mein Bruder sagt, ich muß die Friedenskuh spielen, sagte sie bitter. Eine Friedenskuh war eine Frau, die in eine rivalisierende Familie verheiratet wurde, um für freundschaftliche Beziehungen zu sorgen. Aber ich werde keine Friedenskuh, sagte sie heftig. Ich habe die Runenstäbe geworfen und kenne nun mein Schicksal. Ich werde zwei Söhne und eine Tochter haben. Es werden deine Söhne sein, sagte sie aufsässig, und deine Tochter. Einen Moment lang erwiderte ich nichts. Mit einem Mal wirkte die Nacht wie durchsichtig. Das haben dir die Runenstäbe gesagt, brachte ich schließlich heraus. Sie haben noch nie gelogen, sagte sie ruhig. Als Guthret gefangen genommen wurde, haben mir die Runenstäbe gesagt, dass er zurückkommen würde, und sie haben mir gesagt, dass mein Ehemann mit ihm ankommen würde. Und du? bist gekommen. Ich werde es sein, versprach ich ihr und küßte sie. Sie umschlang mich und dann ertönten rufe. Ich hielt sie fest und wir lauschten. Die rufe kamen aus dem lager und ich erkannte durch die bäume, wie männer an den feuern vorbei auf die straße zuliefen. Ärger sagte ich, drückte ihre Hand und rannte mit ihr zum Kloster, wo Klapper und die Wachen mit gezogenen Schwertern standen. Ich schob Gisela zur Klostertür und zog Schlangenhauch aus der Schwertscheide. Aber es gab keinen Ärger, nicht für uns jedenfalls. Bei den Neuankömmlingen, die vom Licht unserer Feuer angezogen worden waren, handelte es sich um drei Männer. Einer von ihnen war schwer verwundet, und sie brachten Neuigkeiten mit. Innerhalb kürzester Zeit war die kleine Klosterkirche hell erleuchtet, und was die drei Männer aus dem Norden berichteten, verbreitete sich in Windeseile im gesamten Lager, so dass diejenigen, die gerade erst aufgewacht waren, zum Kloster liefen, um die Nachricht noch einmal zu hören und sich versichern zu lassen, dass sie auch stimmte. Gott hat ein Wunder bewirkt. rief Rothweard in die Menge. Er war über eine Leiter auf das Dach des Klosters gestiegen. Er hob die Arme, um die Menge zum Schweigen zu bringen. Ivar ist geschlagen, rief er endlich. Lob sei Gott und allen Heiligen! Der Tyrann Ivar ist geschlagen! Er hat sein Heer verloren! Und die Leute von Hallibur Falkland, die den Kampf mit dem mächtigen Ivar gefürchtet hatten, jubelten, bis sie heiser waren. Es hatte eine Schlacht gegeben, so hörten wir. Ein Gemetzel. Einen entsetzlichen Kampf. In einem Tal, in dem der Gestank nach Blut in der Luft gestanden hatte. Und dort war Ivar Ivarsson, der mächtigste Däne Nordumbriens von Ed von Schottland besiegt worden. Das Töten auf beiden Seiten war grässlich gewesen. Am nächsten Morgen hörten wir mehr von dem Kampf, denn 60 weitere Überlebende kamen bei uns an. Ivar, war über einen Fluss und in ein Tal gelockt worden, wo er Aids Versteck zu finden glaubte. Aber es war eine Falle gewesen. Die Hänge auf beiden Seiten des Tales waren voll von Aids-Kriegern gewesen, die brüllend durch Nebel und Heidekraut stürmten, um auf den dänischen Schildwall einzuhacken. »Es waren Tausende«, sagte ein Mann, und bei diesen Worten zitterte er. Iwas Schildwall hielt stand. Aber immer weiter stürmten die kreischenden Horden heran und sprangen mit blutverschmiertem, fliegendem Haar und zischenden Schwertern über ihre eigenen Toten. Ed hatte seine Haustruppe auf Iwars beste Männer gehetzt und die Klingen sangen und ein Krieger Ivars nach dem anderen starb. Ivar, berichteten die Überlebenden, hatte gekämpft wie ein Besessener, aber dann traf ihn ein Schwerthieb in die Brust und ein Speer schlitzte sein Bein auf. Also zogen ihn seine Männer aus dem Schildwall. Er wütete gegen sie, wollte im Angesicht seiner Feinde sterben, doch seine Leute hielten ihn zurück und wehrten die Dämonen ab. Und dann kam langsam die Nacht. Der hinterste Teil der dänischen Aufstellung hielt weiter Stand. Und die Überlebenden, fast alle blutend, schleppten ihren Anführer in Richtung des Flusses. Ivar's Sohn Ivar der gerade erst 16 Jahre alt war versammelte die leicht verwundeten um sich und mit ihnen machte er einen Ausfall und durchbrach die Einkesselung doch dutzende fanden später noch den tod als sie versuchten im dunkeln den fluss zu überqueren vielleicht schaffte es ein sechstel von ivars streitmacht zurück ans südliche ufer wo sie den schreien der sterbenden und dem brüllen der schotten lauschten in der Morgendämmerung bildeten sie einen Schildwall, weil sie erwarteten, die Schotten würden übers Wasser kommen und ihr Werk vollenden. Aber Ed's Leute waren fast ebenso geschlagen und erschöpft wie die unterlegenen Dänen. Wir haben Hunderte getötet, sagte ein Mann trostlos, und später hörten wir, dass es stimmte. Und dass sich Ed zurück nach Norden geschleppt hatte, um seine Wunden zu lecken. Graf Ivar lebte noch. Also sandte Guthred hundert Reiter aus, um ihn zu suchen und sie stellten fest, dass auch Kjartans Leute die Hügel durchforsteten. Ivar mußte gewusst haben, dass er gefunden werden würde, und er zog es vor, Guthreds und nicht Kjartans Gefangener zu sein. Deshalb ergab er sich einem Trupp von Ulfs Männern, die den verletzten Grafen kurz nach Mittag zurück in unser Lager brachten. Ivar wurde auf einem Schild getragen. Er wurde von seinem Sohn und dreißig weiteren Überlebenden begleitet, von denen manche ebenso schwer verwundet waren wie ihr Anführer. Als Ivar klar wurde, dass er gleich dem Mann begegnen würde, der sich Nordumbriens Thron angeeignet hatte, bestand er darauf, bei dieser Begegnung auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Also stieg er von dem Schild. Ich weiß nicht wie, denn es muss die reine Qual gewesen sein, aber er zwang sich zum Humpeln, und alle paar Schritte ruhte er sich auf den Speer gestützt aus, den er als Krücke benutzte. Ich sah den Schmerz, aber ich sah auch den Stolz, der nicht zuließ, dass er in Guthrids Anwesenheit getragen wurde. Er zuckte bei jedem Schritt zusammen, aber seine Kühnheit und sein Zorn hatten ihn dennoch nicht verlassen. Er sah genauso aus wie sein Vater. Genau wie Eva der Knochenlose glich er einem wandelnden Gerippe. Er hatte auch das gleiche blonde Haar, das im Nacken zusammengebunden war, und die gleiche bösartige Miene. Und er hatte die gleiche Macht. Neben Guthred standen seine Anführer und gleich daneben Abt Erdred, Pater Rothwirt und die ganzen anderen Geistlichen. Ein Dutzend Schritte vor Guthred blieb Ivar stehen, lehnte sich auf seinen Speer und sah uns alle scharf an. Er verwechselte mich mit dem König, vielleicht weil meine Kettenrüstung und mein Helm so viel besser gearbeitet waren als Guthreds. Seid ihr der Junge, der sich hier König nennt? wollte er wissen. »Ich bin der Junge, der Oba Lothbroxon getötet hat«, gab ich zurück. Oba war Ivar's Onkel gewesen. Nach meiner höhnischen Antwort sah ich ein seltsames grünes Glitzern in seinen Augen. Er hatte Schlangenaugen in seinem Totenschädelgesicht. Er konnte verwundet sein und womöglich seine Macht verloren haben, aber in diesem Moment war sein einziger Wunsch der, mich zu töten. Und ihr seid, forderte er Auskunft. Ihr wisst, wer ich bin, sagte ich verächtlich. Überheblichkeit ist eben alles für einen jungen Krieger. Guthrie packte mich am Arm, wie um mich zum Schweigen zu bringen, dann trat er einen Schritt vor. Herr Ivar, sagte er, es bekümmert mich, dass ihr verwundet seid. Dafür hatte Iva nur Spott übrig. Ihr solltet froh darüber sein, sagte er, und bekümmert, dass ich nicht tot bin. Ihr seid Guthret? Ich bedaure, dass ihr verwundet seid, Herr, sagte Gathred, und ich bedaure die Männer, die ihr verloren habt, und froh bin ich über die Feinde, die ihr habt sterben lassen. Wir schulden euch Dank. Er trat zurück und sah über Ivars Schulter zu unserer Streitmacht, die sich an der Straße versammelt hatte. Er hat eine Gefahr für unseren Norden unschädlich gemacht. König Aed ist nach Hause gehumpelt, um über seine Verluste zu jammern und die schottischen Witwen zu trösten. Die Wahrheit lautete natürlich, dass Ivar humpelte und Aed gewonnen hatte, aber Guthrids Worte sorgten für Jubel, und dieser Jubel verwunderte Ivar. »Er musste erwartet haben, dass Gathred ihn tötete. Und genau das hätte Gathred auch tun sollen. Bringt den Bastard um,« murmelte ich Gathred zu. Er sah mich überrascht an, als habe er noch nie von so etwas gehört. »Warum?« fragte er leise. »Bringt ihn einfach um,« drängte ich. »Und diese Ratte von seinem Sohn gleich dazu.« »Ihr seid willkommen, Herr Ivar,« Guthred hatte sich von mir abgewandt und lächelte ihn an. Nordumbrien braucht große Krieger, sprach Guthret weiter. Und ihr, Herr, braucht Erholung. Ich beobachtete die Schlangenaugen und erkannte Ivars Verblüffung. Aber ich erkannte auch, dass er Guthret für einen Narren hielt. Doch in genau demselben Moment verstand ich, dass Guthret ein glückliches Schicksal Bestimmt war. Das Schicksal ist unausweichlich. Wir blieben in Onrippam, bis Ivars Wunden behandelt waren. Die Mönche nahmen sich seiner an und erledigten ihre Aufgabe gut, denn Ivar erholte sich schnell. Ich hatte gehofft, er würde an seinen Verletzungen sterben. Aber innerhalb von drei Tagen saß er wieder auf dem Pferd. Er litt immer noch das war nicht zu übersehen. Die Schmerzen mussten schrecklich gewesen sein. Aber er zwang sich zu gehen und ein Pferd zu besteigen, genau wie er sich zwang, Gathred seinen Treueid anzudienen. Etwas anderes konnte er auch kaum tun. Ivar hatte nur noch etwa hundert Männer, von denen außerdem viele verletzt waren. Also beugten er und sein Sohn vor gathreds das Knie, ergriffen seine Hände und schworen ihm Treue. Der Sohn, der 16-jährige Ivar sah aus wie sein Vater und Großvater, hager und gefährlich. Ich misstraute allen beiden, aber Guthred wollte nicht auf mich hören. Es war recht für einen König, sagte er edelmütig zu sein, und indem er Ivar Gnade erwies, glaubte er, den Mann für immer an sich zu binden. Er wird neue Truppen aufstellen, warnte ich. Gut sein ansteckendes Grinsen überzog sein Gesicht. Wir brauchen Männer, die etwas vom Kampf verstehen. Er will seinen Sohn zum König machen. Ihr seht überall nur Feinde, Outret. Der junge Iwa sieht gut aus, findest du nicht auch? Er sieht aus wie eine halbverhungerte Ratte. Er ist im richtigen Alter für Gisela. Pferdegesicht und Ratte, was? sagte er grinsend, und ich wollte ihm das Grinsen mit der Faust aus dem Gesicht wischen. Es ist eine Überlegung wert, oder? fuhr er fort. Schließlich würde es Ivar an mich binden. Und warum wollt ihr nicht mich an euch binden? fragte ich. Ihr und ich, wir sind schon Freunde, sagte er immer noch grinsend, und dafür danke ich Gott. Wir zogen nordwärts, sobald es Ivar gut genug ging. Er war sicher, daß noch mehr seiner Leute die Schlacht mit den Schotten überlebt hatten, und deshalb ritten Bruder Yenberth und Bruder Aida unter dem Schutz von fünfzig Männern voraus. Die beiden Mönche, so versicherte mir Gathred, kannten die Gegend um Twate und konnten die Männer führen, die nach Ivars Leuten suchten. Den größten Teil des Tages ritt Guthret an Ivars Seite, hielt, ritt eine Weile schweigend neben mir und sagte dann sehr sanft, Weißt du, dass guthred Gisela mit Ivars Sohn verheiraten will? Ich weiß, dass er darüber nachdenkt, antwortete ich vorsichtig. Ivar hat zugestimmt. Gestern Abend. Ich war betroffen. Woher weißt du das? fragte ich. Gisela hat es mir erzählt. Aber es gibt einen Brautpreis. Ivar will Dunholm. Ich brauchte einen Moment, um die Bedeutung ihrer Worte zu begreifen. Und dann durchschaute ich den ganzen abscheulichen Handel. Ivar hatte den größten Teil seiner Macht verloren, als sein Heer von Ed niedergemetzelt worden war. Aber wenn er Dannholm und die Ländereien Dannholms bekäme, wäre er wieder stark. Und hat Guthrie zugestimmt? fragte ich. Noch nicht. So dumm kann er nicht sein sagte ich wütend. Der Dummheit von Männern, sagte Hild säuerlich, scheinen keine Grenzen gesetzt. Wir überquerten den Wir ein gutes Stück westlich von Dunholm an einer Furt und führten unsere Streitmacht zu einem Ort fünf Meilen nördlich von Dunholm. Ödrit sagt, wir müssen hier bleiben, verkündete Guthrad. Er hatte einen Traum. St. Cuthbert möchte, dass sein Schrein hier errichtet wird. Er deutete auf einen kleinen Hügel, auf dem der Heilige im Sarg von betenden Mönchen umringt war. So lagerten wir in Kankassester und die Mönche begannen sofort am Bau ihrer Kirche zu arbeiten. Und am nächsten Tag, einem Spätsommertag, über dessen Himmel einzelne Wolken zogen, machten sich 150 Männer auf den Weg nach Dannholm. Wir wollten Kjartan herausfordern und Auskundschaften, wie stark die Festung war. Graf Ulf fluchte, als Dunholm in Sicht kam, denn er hatte den massigen hohen Felsen, der in einer Flussschleife des Via lag, noch nie gesehen. Der Fels war nicht nackt. Bergahorn und Hainbuchen wucherten dicht an seinen abschüssigen Hängen, doch der Gipfel war von allem Bewuchs befreit worden. Und so erkannten wir einen starken Wall mit einer Holzpalisade und dahinter drei oder vier sehr große Gebäude. Den Eingang zu der Festung bildete ein großes Torhaus, das von dem Wall überragt wurde, auf dem ein dreieckiges Banner flatterte. Ulf starrte wie gebannt auf die wehrhafte Festung. Es gab einen Weg hinauf, doch er war steil, und er war so eng, dass zwanzig Mann unser ganzes Heer aufhalten konnten, und die ganze Zeit würde es Speere und Felssteine auf unsere Köpfe regnen. Guthret, dem Dunholm schlechterdings uneinnehmbar erschien, warf mir einen flehenden Blick zu. Sie trick, rief ich, und der Junge eilte zu mir. Dieser Festungswall, sagte ich, zieht er sich um den gesamten Gipfel? Ja, Herr, sagte er. Was ist mit dem Wasser? fragte ich. Haben Sie einen Brunnen? Zwei Brunnen, Herr. Aber sie liegen beide außerhalb der Palisade. Einer ist auf der westlichen Seite und wird nicht häufig benutzt, und der andere auf der Ostseite. Aber der liegt ganz weit oben am Hang, wo die Bäume wachsen. Aber außerhalb des Festungswalls? Ja, außerhalb, Herr. Aber der Brunnen hat seinen eigenen Befestigungswall. Ich warf ihm eine Münze zur Belohnung zu, obwohl mir seine Auskünfte nicht gefallen hatten. Was sollen wir also tun? wandte sich Guthret an mich, Ihr könntet ihm Bedingungen stellen, Herr, sagte ich, und wenn er sie ablehnt, müsst ihr ihn aushungern. Die Ernte ist gerade eingebracht, gab Guthrie zu bedenken. Dann dauert es eben ein Jahr, erwiderte ich. Schneidet mit einem Wall die Flussinsel von der Landverbindung ab, dann sitzt er in der Falle. Er soll den Hungertod vor Augen haben. Sechzig Männer reichen, um den Wall zu verteidigen. Sechzig? Ivar hatte die ganze Zeit geschwiegen, doch nun spuckte er das Wort aus, als wäre es ein Fluch. Ihr braucht mehr als sechzig! Die Männer müssen über Nacht abgelöst werden. Andere müssen Wasser holen, das Vieh hüten und die Ufer des Flusses bewachen. Sechzig Männer sind vielleicht imstande, den Wall zu halten, aber ihr braucht noch zweihundert mehr, damit diese sechzig ihre Aufgabe erfüllen können. Er sah mich finster an. Er hatte natürlich recht. Aber ein Wall an dieser Stelle sagte Guthred, wäre, Dunholms Untergang. Das wäre er,« stimmte Ivar zu, obwohl aus seiner Stimme noch Zweifel klangen. »Also brauche ich einfach mehr Leute,« sagte Guthret. Ich führte Whitney ein Stück Richtung Osten, als wollte ich prüfen, wo der Wall errichtet werden könnte. Ich warf einen Blick zurück, um sicher zu sein, dass Ivar und sein Sohn außer Hörweite waren. Wir können Dannholm einnehmen", erklärte ich Gathred mit gesenkter Stimme. Aber ich werde euch nicht dabei helfen, wenn ihr es Ivar als Belohnung gebt. Solange Ivar schwach bleibt, wird er euer Freund sein. Wenn ihr ihn stärkt, schafft ihr euch einen Feind. Und was nutzt ein schwacher Freund? Fragte er. Mehr als ein starker Feind, Herr. Was Ivar will, sagte ich ist den König wie ein Hündchen an der Leine zu führen. wollt ihr das? i war das Hündchen sein. Er starrte zu dem großen Tor hinauf. Einer muss holm verteidigen, sagte er schwach. Dann gibt es mir, sagte ich, weil ich nämlich euer Freund bin. Oder zweifelt ihr daran? Nein, Utrt, sagte er. Daran zweifle ich nicht. Er beugte sich zu mir und berührte meinen Ellenbogen. Ivar beobachtete uns mit seinen Schlangenaugen. »Ich habe niemandem etwas versprochen,« fuhr Gathred fort. Aber er sah bei diesen Worten beunruhigt aus. Dann zwang er sich zu einem Lächeln. »Könnt ihr die Festung einnehmen?« »Ich glaube, wir können Kjartan von hier vertreiben, Herr.« »Wie?« fragte er. »Ich werde heute Nacht...« einen Zauber vorbereiten, Herr, erklärte ich ihm. Und morgen redet ihr mit ihm. Sagt ihm, wenn er bleibt, werdet ihr ihn vernichten. Sagt ihm, dass ihr damit anfangt, seine Bauernhöfe und seine Sklavenpferche in Girim niederzubrennen. Gebt Kjartan zu verstehen, dass ihn nichts als Tod, Feuer und Elend erwarten, solange er hier bleibt. Und dann bietet ihr ihm einen Ausweg an, stellt es ihm frei, in ein Land über dem Meer zu segeln. Das wollte ich zwar nicht, denn am liebsten hätte ich gesehen, wie sich Kjartan der Grausame unter Schlangenhauch wand, aber meine Rache war weniger wichtig, als Kjartan aus Dannholm herauszubekommen. Also, macht euren Zauber, sagte Gachr zu mir. Und wenn es gelingt, Herr. Er zögerte, dann streckte er mir seine Hand entgegen. Wenn es gelingt, Freund, sagte er, dann verspreche ich, werde ich Dannholm euch übergeben. Wir lagerten an einer Hügelflanke nördlich der Festung. Dann, als die Nacht gekommen war, ritt ich mit Citric zurück nach Dannholm. Ich machte mich an meinen Zauber mit dem ich kjartan das entsetzen lehren wollte und dafür mußte ich ein shadowgengen werden ein schattenwandler die shadowgengen wandern durch die nacht in der es ehrliche männer ängstig, das haus zu verlassen denn in der nacht suchen seltsame wesen die erde heim dann durchstreifen wechselgestalten geister elfen und tiere und zottige Männer das Land. Doch ich hatte mich in der Dunkelheit immer wohlgefühlt. Und in dieser Nacht ging ich mit Citrick den Pfad hinauf, der zu Dunholms großen Tor führte. Ich hatte Mühe auf dem Pfad zu bleiben, denn Wolken waren vor den Mond gezogen, so dass ich meinen Weg ertasten musste. Wir bewegten uns langsam, und Citrick hing an meinem Umhang, als wir etwas weiter nach oben gekommen waren, wurde es leichter, denn in der Festung brannten Feuer, und der Widerschein ihrer Flammen drang wie ein Leitstrahl über die Palisade. Der gesamte Abhang zwischen dem kurzen Felsvorsprung und der Palisade war von jedem Baumbewuchs befreit worden, so dass sich kein Feind ungesehen an die Verteidigungsanlage schleichen und einen Überfall versuchen konnte. Du bleibst hier, sagte ich zu Citric. Ich brauchte ihn, um die Pferde zu bewachen und meinen Schild, meinen Helm und den Sack mit den abgeschlagenen Köpfen zu tragen, den ich ihm jetzt abnahm. Dann befahl ich ihm, sich hinter den Bäumen zu verstecken und zu warten. Darauf legte ich die Köpfe auf den Pfad, den ersten nur fünfzig Schritte von dem Tor entfernt, den letzten nahe an die Bäume, die Maden wimmelten unter meinen Händen, wenn ich wieder einen Kopf aus dem Sack holte. Niemand hörte mich, niemand sah mich. Die Dunkelheit hüllte mich ein. Der Wind strich seufzend über den Hügel und laut rauschte der Fluss durch sein felsiges Bett. Ich ging zurück zu Citric, der vor Angst bebte, ließ mir von ihm das schwarze Tuch geben und wand es um mein Gesicht. Dann drückte ich meinen Helm über das Leinen und nahm meinen Schild. Und dann wartete ich. In einer bewölkten Morgendämmerung wird es nur langsam hell. Zuerst kriecht kaum mehr als eine Andeutung von grauem Schein am östlichen Himmel entlang, nur das kalte Grau, das sich ausbreitet, während die Fledermäuse, die Schattensegler, in ihre Höhlen zurückjagen. Dann verleihen die ersten Sonnenstrahlen der Welt wieder ihre Farben. Dann hörte ich Vögel zwitschern, und nicht weit entfernt erkannte ich die hellroten Beeren einer Eberesche. Und in diesem Moment entdeckten die Wachen die Köpfe. Ich hörte Rufe, weitere Männer kamen auf den Wall, und dann wurde das Tor geöffnet, und zwei Männer traten vorsichtig heraus. Hinter ihnen wurde das Tor wieder geschlossen. Ich stand mit gezogenem Schwert hinter den Bäumen verborgen. Ich war wieder der Totenkrieger mit dem Schwert. Und ich beobachtete die zwei Männer, wie sie vorsichtig den Pfad hinunter auf die Reihe mit den Köpfen zugingen. Als sie den ersten blutverschmierten Schädel erreicht hatten, rief einer der beiden zur Festung zurück, »Der Kopf gehöre einem von Tekels Leuten!« Dann fragte er, was er tun solle. Tretet sie weg! brüllte Kjartan, und die beiden gehorchten. So kamen sie mir immer näher, bis nur noch einer von den sieben Köpfen übrig war. Und gerade, als sie ihn erreicht hatten, trat ich unter den Bäumen hervor. Sie sahen einen gesichtslosen Krieger vor sich, schimmernd und groß und bewaffnet mit Schwert und Schild. Sie sahen den toten Krieger mit dem Schwert, und ich stand einfach nur da, kaum zehn Schritte von ihnen entfernt, und einer machte ein Geräusch wie ein maunzendes Kätzchen, und dann stürzten sie Hals über Kopf davon. So stand ich da, als die Sonne aufging. Jartan und seine Männer waren wie gelähmt von meinem Anblick. Im Frühlicht des Tages war ich der schattengesichtige Tod in blendender Rüstung, der Tod mit blitzendem Helm, und dann, bevor sie entscheiden konnten, die Hunde auf mich zu hetzen, um zu entdecken, dass ich keine Geistererscheinung war, zog ich mich in die Schatten unter den Bäumen zurück, wo Citric auf mich wartete. Ich hatte alles getan, um Kjartan in Furcht und Schrecken zu versetzen. Jetzt musste Guthred ihn zur Aufgabe überreden, und dann, so wagte ich zu hoffen, wäre die mächtige Festung auf dem Felsen mein. Und Gisela ebenso. Und ich wagte, all das zu hoffen, weil Guthred mein Freund war. Ich sah meine Zukunft glänzend vor mir liegen. Kurz gesagt, ich vergaß die Götter. Und spann meinen eigenen goldenen Schicksalsfaden. Und die drei Spinnerinnen am Fuß des Weltenbaumes lachten dazu. Der Totenkrieger mit dem Schwert hatte seinen Zauber durchgeführt. Und nun würden wir sehen, ob er wirkte. Wir erreichten die Stelle, an der ich gestanden und beobachtet hatte, wie die beiden Männer die sieben Köpfe vom Pfad getreten hatten und hielten an. Klapper wedelte auffällig mit einem Zweig, um zu zeigen, dass wir in Frieden kamen. Schweigend betrachteten wir, wie die Flügel des Tores aufgeschoben wurden und eine Gruppe Reiter auf uns zukam. Sie wurde von Kjartan angeführt. Er war von massiger Gestalt, mit breitem Gesicht, gewaltigem Bart und kleinen, misstrauischen Augen. Er trug seine Kriegsaxt, als habe sie kein Gewicht. An seinem Helm war ein paar Rabenflügel befestigt. Ich suchte nach Furcht in seinen Augen, doch er wirkte einfach nur streitlustig, wenn auch seine Stimme gedämpft klang, als er das Schweigen brach. Herr Ivar, sagte er, ich bedaure, dass ihr Ed nicht töten konntet. Ich habe überlebt, sagte Ivar trocken. Das erfreut mich, sagte Kjartan. Was ihr brauchtet, um Ed zu besiegen, sagte er, ist ein Zauberer. Ed fürchtet die alten magischen Kräfte, sagte Kjartan. er würde niemals gegen jemanden kämpfen, der durch Zauberei Köpfe abschlagen kann. Eva sagte nichts, doch er drehte sich um und starrte mich an. Und so verriet er den toten Krieger mit dem Schwert und beruhigte Kjartan darüber, dass er es nicht mit Zauberei, sondern nur mit einem alten Feind zu tun hatte. Erleichterung überzog Kjartans Gesicht. Dann lachte er auf, es war ein kurzes, höhnisches Bellen, und sprach Guthret an. Wer bist du? Ich bin euer König, sagte Guthrit. Kjartan lachte erneut. Er war nun guter Dinge. Das hier ist Dannholm, Grünschnabel, sagte er. Und wir haben keinen König. Und doch bin ich hier. Und hier bleibe ich, bis eure Knochen unter Danholms Sonne bleichen. Kjartan lachte bloß. Glaubst du wirklich, du kannst mich aushungern? Hör mir gut zu, Grünschnabel. Du kannst hier warten, bis das Weltenende mit seinen Wirren über uns hereinbricht, und immer noch werde ich besser zu essen haben als du. Ihr könnt mit euren Männern nach Girrim gehen, sagte Gathred, und dann könnt ihr lossegeln. Du spielst dir wahrhaftig den König, mein Junge, sagte Kjartan und sah erneut Ivar an. Seid ihr mit ihm verbündet? Ich bin mit ihm verbündet, sagte Ivar ausdruckslos. Kjartan ließ seinen Blick zurück zu Guthred wandern. Mir gefällt es hier, Grünschnabel. Mir gefällt holm Ich will nichts als in Frieden gelassen werden. Ich will deinen Thron nicht. Ich will dein Land nicht. Höchstens deine Frau, falls du eine hast und sie hübsch genug für mich ist. Also mache ich dir ein Angebot. Du lässt mich in Frieden und ich vergesse, dass es dich gibt. Ihr stört meinen Frieden, sagte Guthred. »Ich scheiß auf deinen Frieden, Grünschnabel, wenn du nicht von hier verschwindest«, knurrte Kjartan. »Also lehnt ihr mein Angebot ab?«, fragte Gathred. Kjartan schüttelte den Kopf, als sei die Welt noch trübseliger, als er erwartet hatte. »Das nennt ihr einen König?«, forderte er Ivar heraus. »Wenn ihr einen König braucht, dann sucht euch einen Mann!« »Wie ich gehört habe...« war dieser König Manns genug, um auf deinen Sohn zu pissen? Ich hatte zum ersten Mal gesprochen. Und wie ich gehört habe, ist Sven heulend weggekrochen. Du hast einen Feigling großgezogen, Kjartan. Kjartan zeigte mit seiner Axt auf mich. Mit dir habe ich noch zu tun, sagte er. »Aber heute ist nicht der Tag, an dem ich dich kreischen lasse wie eine Frau!« Er spuckte in meine Richtung, zerrte den Kopf seines Pferdes herum und rieb es ohne ein weiteres Wort zum Haupttor zurück. Gathred sah ihm nach. Wütend starrte ich Ivar an, der absichtlich meinen Zauber verraten hatte. Ich glaubte, er hatte erfahren, dass ich Dunholm bekommen würde, wenn es fiele. Und so hatte er dafür gesorgt, dass es nicht fiel. Flüchtig erwiderte er meinen Blick, dann sagte er etwas zu seinem Sohn, und beide lachten. In zwei Tagen, wandte sich Guthret an mich, fangt ihr mit dem Wall an. Ich gebe euch zweihundert Männer, um ihn zu bauen. Hm. Warum soll ich nicht schon morgen anfangen? fragte ich. Weil wir morgen nach Giram gehen, deshalb. Wir gehen auf die Jagd. Wir ritten wieder nach Kankassister und fanden, dass Jenbirth und Aida zurückgekehrt waren, die beiden Mönche, die nach weiteren Überlebenden von Ivar's Truppe gesucht hatten. »Habt ihr noch jemanden gefunden?« fragte ich sie, als wir vom Pferd stiegen. Jenbirth starrte mich an, als verstünde er meine Frage nicht, und dann schüttelte Aida eilig den Kopf. »Wir haben niemanden gefunden«, sagte er. Dunkle Wolken ballten sich im Westen. Die Sonne brannte so heftig, dass nur die zwei Dutzend Männer von der Haustruppe ihre Kettenhemden trugen. Wir rechneten nicht damit, auf Feinde zu treffen. Guthret führte uns an. Ivar und sein Sohn ritten mit. Ulf und auch die zwei Mönche, Jenbirth und Ida. Sie wollten für die Mönche beten, die einst in Giram niedergemetzelt wurden. Ich erzählte ihnen nicht, dass ich bei diesem Gemetzel anwesend gewesen war. Es war das Werk Ragnars des Älteren gewesen, und er hatte Grund dazu gehabt. Heute wird immer erzählt, die Mönche hätten in aller Unschuld ihre Gebete verrichtet und seien als unbefleckte Märtyrer gestorben. In Wahrheit waren es bösartige Mörder, die auch nicht davor zurückschreckten, Frauen und Kinder zu töten. Aber welche Rolle spielt die Wahrheit, wenn Priester ihre Geschichten verbreiten? Guthred war von fiebriger Fröhlichkeit. Er redete ohne Unterlass, lachte über seine eigenen Scherze und versuchte sogar, Ivars Totenschädelmiene ein Lächeln zu entlocken. Wir hatten den Fluss jetzt zu unserer Rechten, und vor uns lagen die verkohlten Steingebäude des Klosters von Giram, das an einer Stelle des Ufers erbaut worden war, die sich leicht über die weitgestreckten salzigen Sümpfe erhob. Vor uns ritten Ivar und eine Gruppe von rund zwanzig seiner Leute wenn sie sich jetzt gegen uns wanden könnten sie gathred und mich ganz leicht niedermachen also beugte ich mich zur seite und hielt gathreds pferd an so dass ulf und seine leute zu uns aufschließen konnten ihn belustigte mein handeln er ist kein feind oträtt eines tages sagte ich werdet ihr ihn töten müssen und an diesem tag herr werdet ihr sicher sein bin ich jetzt nicht sicher eure Streitmacht ist klein und unerfahren, sagte ich, und Iwal wird sich neue Männer suchen, bis er wieder Herr von Nordumbrien ist. Wenn ihr Gisela mit seinem Sohn verheiratet, sagte ich, wie viele Männer bringt euch das? Er sah mich mit scharfem Blick an. Wie viele Männer könnt ihr mir denn bringen? fragte er. Aber auf meine Antwort wartete er nicht. Stattdessen trieb er sein Pferd an, um auf die Erhöhung mit den Überresten des Klosters zu kommen, das Kiatans Männer als Palast benutzt hatten. Unter dem Hügel, in dem breiten Tal zwischen dem Kloster und der alten Römerfestung auf der Landzunge, lagen Sklavenpferche, die kaum mehr waren als mit Flechtzäunen umgebene Koppeln. Alle waren leer. Doch unterhalb des Hügels mit dem Warnfeuer ankerte ein einzelnes Schiff, an der Stelle auf dem Tein, an der sich der Fluss endgültig nach dem Meer ausrichtet. Guthrieff befahl seiner Haustruppe, die Flechzäune einzureißen und zusammen mit dem Strohdach zu verbrennen. Wir ritten ostwärts. Zuerst müssen wir die Kirche für St. Cuthbert errichten, erklärte Guthret. Aber dieses Gotteshaus muss wiederhergestellt werden, beharrte Yenbeth. Das ist ein heiliger Ort. Der hochheilige und gesegnete Beda hat hier gelebt. Es wird wieder aufgebaut werden versprach Guthried und blickte dann über die weite Flussschleife. Ein guter Platz, sagte er. Das ist er, stimmte ich zu. Wenn die Mönche zurückkommen, sagte er, kann er wieder sehr einträglich werden Fisch, Salz, Getreide, Vieh. Er ritt dann auf dem Pfad weiter, der sich durch das Marschland wand. Vier Männer warteten von dem ankernden Schiff an Land, und keiner von ihnen trug eine Waffe. Guthrie zügelte sein Pferd. Die vier Männer warteten etwa hundert Schritte weiter am anderen Ende der Kiesbank. Gebt mir euer Schwert, sagte gathred mit einem Mal. Mein Schwert? Er lächelte geduldig. Diese Seemänner sind nicht bewaffnet, Othred, und ich will, dass ihr zu ihnen geht und mit ihnen sprecht. Ich rührte mich nicht. Keine Höflichkeit, von der ich jemals gehört hatte, verlangte von einem Herrn, das Schwert abzulegen, bevor er mit gewöhnlichen Seeleuten sprach. Ich starrte Guthret an und hörte, wie hinter mir Klingen aus der Scheide gezogen wurden. Gebt mir euer Schwert, sagte Guthret, und dann geht ihr zu den Männern. Ich werde euer Pferd halten. Noch immer hätte ich ihm die Zügel entreißen und weggaloppieren können. Aber dann drängten sich Ivar und sein Sohn heran. Beide hatten das Schwert gezogen, und Ivars Hengst stellte sich Whitneyer in den Weg, der gereizt zu beißen versuchte. Was habt ihr getan, Herr? fragte ich Gathred. Einen Herzschlag lang konnte er nicht sprechen, doch dann zwang er sich zu einer Antwort. Ihr habt mir erklärt, sagte er, dass Orfred tun würde, was auch immer notwendig ist, um sein Königreich zu erhalten. Und eben das tue ich auch. Und was ist das genau? Er hatte den Anstand, beschämt dreinzublicken. Elfrick von Babenburg bringt Truppen, um die Besetzung Dannholms zu unterstützen. Er kommt, um mir den Treueid zu leisten. Diesen Eid habe ich euch geleistet sagte ich bitter. Und ich habe euch versprochen, euch davon zu entbinden, sagte er. Und das tue ich hiermit. Also liefert ihr mich meinem Onkel aus? fragte ich. Er schüttelte den Kopf. Euer Onkel hat euer Leben als Preis gefordert, doch das habe ich abgelehnt. Ihr werdet weggehen, Udred. Und im Tausch für eure Verbannung gewinne ich einen Verbündeten mit vielen Kriegern. Und warum muss ich unbewaffnet in die Verbannung gehen? fragte ich. Weil ihr werdet, was ich war. Das ist der Preis von Danholm. Einen Augenblick lang konnte ich weder atmen noch sprechen. Ihr verkauft mich in die Sklaverei? fragte ich. »Im Gegenteil«, sagte er. »Ich habe dafür bezahlt, dass ihr versklavt werdet.« »Also geht mit Gott, Uthred.« Damals hasste ich Gathred. Ich konnte ihm zwei Schwerter bringen, mehr nicht. Aber mein Onkel Elfric, dreihundert. »Geht«, sagte Gathred nun schroff. Und ich schwor Rache, und stieß die Fersen in Whitneyers Flanken, und erschoss vorwärts. Doch er wurde augenblicklich von Iwars Pferd aufgehalten, brach taumelnd in die Knie, und ich wurde auf seinen Hals geschleudert. Tötet ihn nicht, rief Gathred. Und Ivar's Sohn schmetterte mir die flache Seite seiner Schwertklinge an den Kopf, so dass ich vom Pferd fiel. Und bis ich wieder auf die Füße gekommen war, hielt Ivar Whitneyer in sicherem Griff. Und Ivar's Männer richteten von ihren Pferden aus die Schwertspitzen auf meinen Hals. Hinter Guthret, mit einem Lächeln auf dem ungestalten Gesicht, war Yenberth. Und da verstand ich. Hat dieser Bastard die Sache geplant? fragte ich Guthret. Bruder Yenberth und Bruder Ida kommen aus dem Hausstand eures Onkels, räumte Guthret ein. Da wusste ich, was für ein Narr ich gewesen war. Gewährt ihr mir eine Bitte, Herr? Gebt Hild mein Schwert und mein Pferd. Gebt ihr alles, was mir gehört. Und sagt ihr, sie soll es für mich aufbewahren. Er antwortete nicht gleich. Ihr werdet nicht zurückkommen, Utret, sagte er dann mit sanfter Stimme. »Gewährt mir diese Bitte, Herr«, beharrte ich. »Ich werde es tun«, versprach Gathred, »aber zuerst gebt mir euer Schwert.« Ich legte Schlangenhauch ab. Ich dachte daran, das Schwert zu ziehen und mit seiner guten Klinge einfach dreinzuschlagen, doch dann wäre ich in einem Augenblick tot gewesen. Also küsste ich nur sein Heft und reichte es gathred hoch. Dann streifte ich meine Armringe ab. Gebt Hild auch diese, bat ich. Das werde ich tun, sagte er und nahm die Reifen. Dann sah er zu den vier Männern hinüber, die auf mich warteten. Graf Ulf hat diese Männer gefunden, sagte gathred und nickte in Richtung der Sklavenhändler. Sie wissen nicht, wer du bist. Nur dass sie dich von hier wegbringen sollen. Dass ich ihnen unbekannt blieb, war eine Art von Vergünstigung. Wenn die Sklavenhändler gewusst hätten, wie gerne mich Elfrick in seiner Gewalt gehabt hätte, oder wie viel Kjartan der Grausame für meine Augen bezahlt hätte, dann wäre ich keine Woche mehr am Leben geblieben. Und jetzt geht, befahl Guthred. Ich sah über seine Schulter, wo sich am westlichen Himmel die schwarzen Wolken wie Berge aufeinander türmten. Auch ihr müsst gehen, Herr, sagte ich, denn ein Sturm zieht auf. Er sagte nichts, und ich ging. Das Schicksal ist unausweichlich. Am Fuße des Lebensbaumes hatten die drei Spinnerinnen entschieden, dass der Goldfaden, der mein Leben begünstigt hatte, nun zu Ende war. Ich erinnere mich, wie der Kies unter meinen Stiefeln knirschte, und ich erinnere mich an die weißen Möwen, die frei über mir umherflogen. Ich hatte mich getäuscht, was die vier Männer betraf. Sie waren bewaffnet mit Knüppeln. Einer von ihnen trat vor und schlug mich in den Magen, um mir allen Atem aus dem Körper zu treiben. Und ein anderer schlug mich seitlich an den Kopf, so dass ich auf dem Kies zusammenbrach. Und dann weiß ich nichts mehr. Der Besitzer des Schiffes hieß Sverry Ravenson. Er war einen Kopf kleiner als ich, zehn Jahre älter und zweimal so breit. Sein Gesicht war flach wie ein Ruderblatt, die Nase irgendwann einmal zu brei geschlagen worden, der Bart mit drahtigen weißen Haaren durchsetzt und er hatte einen sehr kurzen Hals. Er war einer der stärksten Männer, die ich je getroffen hatte und einer der schweigsamsten. Sverry war Händler. Und so hatte er sein Schiff Trader genannt. Es besaß Bänke für sechzehn Ruderer, wenn Sverri auch nur elf Ruderer hatte, so dass er sich freute, durch mich die Zahl ausgleichen zu können. Sämtliche Ruderer waren Sklaven. Die fünf freien Männer der Schiffsbesatzung stellten sicher, dass wir nicht zu entkommen versuchten, und hätten unsere Leichen über Bord geworfen, falls wir es doch versucht hätten. Zwei waren, ebenso wie Sverre, Nordmänner. Zwei waren Dänen, und der fünfte war ein Friese namens Hacker. Und es war Hacker, der mir die Sklavenketten um die Knöchel schloss. Mir mit einem gedrungenen Messer ein großes S in den Oberarm ritzte. Er kratzte Dreck von den Planken des Kielraums und rieb ihn mir in die frische Wunde. Sie entzündete sich, diese Wunde, und schwitzte eiter aus. Aber als sie geheilt war, hatte ich Sveris Zeichen auf dem Arm. Dort ist es heute noch. Fast hätte das Sklavenzeichen nicht mehr heilen können, denn wir alle hatten in dieser Nacht den Tod vor Augen. Unvermittelt setzte starker Wind ein und verwandelte den Fluss in ein schäumendes Gewoge. Das Schiff bäumte sich auf und zitterte, und der Anker entwickelte immer mehr Zugkraft. Ruder! schrie Sverry, und ich glaubte, er wollte, dass wir gegen den Druck von Wind und Ebbe ruderten, doch er hieb das bebende Seil durch das uns mit dem Anker verband und der Trader bewegte sich mit einem Satz von der Stelle. Rudert ihr Bastarde!", rief Sverri. "Rudert! Rudert!", stimmte Hacker ein und zog uns seine Peitsche über. "Wollt ihr weiterleben?", brüllte Sverri über den heulenden Wind. "Dann rudert!" Er steuerte uns auf das Meer hinaus. Auf dem Fluss wären wir ans Ufer getrieben worden, aber wir wären sicher gewesen, denn es kam die Ebbe, und in der nächsten Flut wären wir wieder aufs Wasser gekommen. Aber Sverys Schiff war voller Waren, und falls er stranden sollte, fürchtete er ausgeraubt zu werden. Also nahm er es lieber in Kauf, auf See zu sterben, als an Land ermordet zu werden, und fuhr mit uns in eine grauenvolle Wirrnis aus Wind, Dunkelheit und Wasser. Wir mussten aufhören zu rudern die Ruderlöcher verschließen und anfangen, das Schiff auszuschöpfen. Die ganze Nacht schöpften wir Wasser aus dem Kielraum und schütteten es über Bord. Und ich erinnere mich an die Ermüdung, an die Erschöpfung, die bis ins Knochenmark reichte, und an die Angst vor den weiten, dunklen Gewässern, die uns hochhoben und die Luft mit lautem Brausen erfüllten. Als die Dämmerung kam, trieben wir mit einem halb vollgelaufenen Schiff in einer aufgewühlten, aber nicht mehr bedrohlichen See. Die Ketten hatten während der Nacht meine Knöchel blutig gerieben, aber ich schöpfte immer noch Wasser. Niemand sonst rührte sich noch. Die restlichen Sklaven hingen auf den Bänken, und die Mannschaft hatte sich unter das Podest des Steuerrades gekauert, auf dem sich Sverry an das Steuerrad klammerte. Ich spürte, wie er mich mit seinen dunklen Augen beobachtete, während ich mit einem Kübel Wasser schöpfte und in den Ozean zurückschüttete. Einen Kübel um den anderen schleuderte ich hoch, meine Arme schmerzten, aus meinem Magen stieg ein bitterer Geschmack auf, und in meinen Augen brannte das Salz. Aber ich wollte nicht aufhören. Sverri stieg zu mir herunter, schlug mir eine kurze Peitsche über die Schulter, und ich brach auf einer Bank zusammen. Niemand sprach ein Wort. Die Böen schlugen die Ledertaue an den kurzen Mast, die Wellen zischten am Schiffskörper entlang, der Wind war kalt, und der Regen prasselte aufs Meer. Ich tastete nach meinem Hammeramulett. Ich betete zu allen Göttern. Ich dachte, auch Sverry und seine Männer müssten schlafen, und wenn sie schliefen, würde ich sie umbringen. Aber dann schlief ich vor ihnen ein. Und wir alle schliefen, während die Kraft des Windes erlahmte. Einige Zeit später wurden wir Sklaven mit Tritten wieder geweckt und zogen das Segel auf, und dann fuhren wir, vor dem Wind, in Richtung des grauen Küstensaums. Vier der Ruderer waren Sachsen, drei waren Nordmänner, drei waren Dänen, und der letzte war ihre und sprach kaum ein Wort. Er war von hagerer Gestalt, hatte dunkle Haut und schwarzes Haar und trug die Narben eines erfahrenen Kriegers. Mir fiel auf, dass Sverdis Männer ihn genau im Auge behielten, weil sie fürchteten, er könne Schwierigkeiten machen. Und als der Wind später an diesen Tag auf Süden drehte und wir wieder rudern mussten, legte sich der Ire mit wütender Entschlossenheit in die Riemen. Da fragte ich ihn nach seinem Namen. Aber sofort stürmte Hacker zu uns und schlug mich mit einem Lederknoten ins Gesicht. Blut schoss mir aus der Nase. Hacker lachte darüber und wurde gleich darauf erneut wütend, weil ich keinen Schmerz zeigte. Also schlug er mich noch einmal. Du sprichst nicht, erklärte er mir, und du bist ein gar nichts. Was bist du? Ich antwortete nicht. Also schlug er mich wieder diesmal noch fester. Was bist du? forderte er Antwort. Ein gar nichts, knurrte ich. Du hast gesprochen. Jubelte er und schlug mich erneut. Du darfst nicht sprechen! schrie er mich an und knallte mir den Lederknoten an den Kopf. Er lachte, weil er mich dazu gebracht hatte, die Regel zu übertreten und ging zurück in den Schiffsbug. Also ruderten wir schweigend und wenn es dunkel war, schliefen wir. Doch bevor wir schliefen, wurden wir aneinander gekettet. Das taten sie jede Nacht. Und einer von ihnen, hatte dabei immer einen Pfeil zum Abschuss bereit, falls jemand von uns den Mann angreifen sollte, der sich vor uns niederbeugte, um die Ketten aneinander zu schließen. Sverry wusste, wie man ein Sklavenschiff führt. In diesen ersten Tagen suchte ich immer nach einer Möglichkeit zu kämpfen, doch ich fand keine. Niemals legten wir die Ketten ab. Wenn wir in einem Hafen waren, mussten wir in den Raum unter der Steuerplattform kriechen, der anschließend zugenagelt wurde. Hier konnten wir reden. Und so erfuhr ich manches von den anderen Sklaven. Die vier Sachsen waren alle von Kjartan in die Sklaverei verkauft worden. Sie waren Bauern gewesen. Die Nordmänner und die Dänen waren Diebe und von ihren eigenen Leuten zur Sklaverei verurteilt worden. Und allesamt mürrische Rohlinge. Von Finnen, dem Iren, erfuhr ich wenig. Er war wortkarg und ein aufmerksamer Beobachter. Ebenso wie die Sachsen war auch er Christ. Jedenfalls hingen die zersplitterten Reste eines Holzkreuzes an einer Lederschnur um seinen Hals. Wenn Fracht in den tiefen Raum zu laden war, der kurz hinter dem Mast in der Mitte des Schiffes lag, wurden wir aus unserem dunklen Gefängnis entlassen. Meine erste Fahrt mit dem Trader führte von der sturmzerklüfteten Küste Nordumbriens nach Friesland, wo wir uns durch eine seltsame Küstenlandschaft aus niedrigen Inseln, Sandbänken und glitzernden Muren hindurchfädelten. Wir landeten an einem elenden kleinen Hafen, wo vier andere Schiffe Ladung aufnahmen, und alle vier waren Sklavenschiffe. Wir beluden den Laderaum des Trader mit Aalhäuten, Räucherfisch und Otternfellen. Von Friesland fuhren wir nach Süden, und liefen einen Hafen im Frankenreich an. Dort beluden wir das Schiff mit Schwertklingen, Speerspitzen, Sensen, Kettenhemden, Eibenkloben und Fellen. Mit dieser Ladung fuhren wir nach Norden, weit nach Norden, in die Länder der Dänen und Schweden. Fränkische Klingen waren begehrt, und aus den Eibenkloben konnten Pflugscharen gemacht werden. Und das Geld, das er verdient hatte, setzte Sverry ein, um das Schiff mit Eisenerz zu beladen, mit dem wir wieder nach Süden fuhren. Sverry war gut im Geldverdienen. Die Münzen vermehrten sich immerzu. Und wurden in einer großen Holztruhe im Laderaum aufbewahrt. Die würdet ihr gerne in die Finger kriegen, was? knurrte er uns eines Tages an. Denkt ihr, dass ihr mich aufs Kreuz legen könnt? Vorher bringe ich euch um. Ich ersäufe euch. Ich lasse euch Seehundskacke fressen, bis ihr kotzt. Wir schwiegen bloß zu seinem Ausbruch. Langsam kam der Winter. Ich wusste nicht, wo wir waren, nur dass es im Norden war und Dänemark in der Nähe liegen musste. Nachdem wir die letzte Fracht ausgeladen hatten, ruderten wir das unbeladene Schiff einen einsamen Sandstrand entlang, bis Sverry uns einen Gezeitenfluss hinaufsteuerte, an dessen Ufern Schilfgras wuchs und den Trader schließlich auf eine schlammige Uferbank laufen ließ. An dem kleinen Fluss lag kein Dorf, nur ein langes Haus das mit moos überwachsenem Riedgras bedeckt war. Aus dem Abzugsloch im Dach stieg Rauch. Eine Frau trat vor das Haus, und sobald Sverry vom Schiff gesprungen war, lief sie ihm mit Freudenrufen entgegen, und er schloss sie in seine Arme und wirbelte sie im Kreis herum, dann rannten drei Kinder zu ihm, und er gab jedem von ihnen eine Handvoll Silbermünzen und warf sie in die Höhe und umarmte sie. Es war klar, dass Sverry hier mit dem Trader überwintern wollte. Er ließ uns die Ballaststeine aus dem Schiff laden, die Segel verpacken, das Takelwerk und den Mast ausbauen, und dann zogen wir es über Rollen aus Holzstämmen so weit ans Ufer hinauf, dass es auch von der höchsten Flut nicht erreicht werden konnte. Hinter dem Haus stand eine Sklavenhütte. Sie bestand aus schweren Holzstämmen, und dort schliefen wir in unseren Ketten. Tagsüber reinigten wir den Schiffsrumpf, kratzten den Dreck, die Algen und die Kletten ab und holten den Schmutz aus dem Kielraum. Dann breiteten wir das Segel aus, damit es vom Regen gewaschen werden konnte, und beobachteten Sveris Frau mit gierigen Blicken, als sie das Segel mit einer Nadel aus Bein und einem Faden aus Darmsaiten flickte. Ich träumte von Gisela. Doch es bedeutete keinen Trost. Sverjes Leute gaben uns Getreidebrei und Aalsuppe und grobkörniges Brot und Eintopf aus Fischen zu essen. Und als der Winter kam, warfen sie uns schlammverkrustete Felle zu, und wir kauerten uns in die Sklavenhütte und hörten auf den Wind und sahen durch die breiten Ritzen zwischen den Stämmen dem Schneetreiben zu. Es war eiskalt. Und einer der Sachsen starb, und zwei von Sveris Männern trugen seinen Körper zu dem Fluss und warfen ihn über das vereiste Ufer ins Wasser, so dass er von der nächsten Flut davongetragen wurde. Alle paar Tage wurden wir zu den Bäumen geführt. Dort bekamen wir Äxte und sollten Feuerholz hacken. Die Ketten waren absichtlich zu kurz, so dass man mit der Axt nicht voll ausholen konnte, und sie bewachten uns mit Bogen und Speeren, und ich wußte, dass ich tot wäre, bevor ich eine von den Wachen mit der Axt erreichen konnte. Einer von den Dänen versuchte es, und sverris Männer nahmen sich viel Zeit, um ihn zu töten. »Wenn mir die kleinen Bastarde auch nur einmal zu nahe kommen,« sagte Finnen am nächsten Tag, »dann erwürge ich die dreckigen Pisser, das verspreche ich dir.« ich war erstaunt, denn das war der längste Satz, den ich bisher von ihm gehört hatte. „Du warst ein Krieger“, sagte er. „Ich bin ein Krieger“, sagte ich. Wir saßen zu zweit auf einem Grasfleck vor der Hütte, von dem der Schnee weggetaut war, und nahmen mit stumpfen Messern Heringe aus. Über uns kreischten die Möwen. Einer von Sverris Männern saß vor dem Langhaus und behielt uns von dort aus im Auge. Über seinen Knien lag ein Bogen, und neben ihm ein Schwert. Ich hatte nie über mein Leben gesprochen. Auch meinen wahren Namen hatte ich nicht genannt und sie lieber glauben lassen, ich hieße Osbert. Osbert war mein Name, den ich bei meiner Geburt bekommen hatte. Aber dann wurde ich Utrecht genannt, nachdem mein älterer Bruder gestorben war. Denn mein Vater hatte darauf beharrt, dass sein ältester Sohn Utrecht heißen sollte. Utrecht war ein stolzer Name der Name eines Kriegers. Und ich würde ihn für mich behalten, bis ich aus der Sklaverei freikäme. Woher weißt du, dass ich ein Krieger bin? fragte ich Finnen. Weil du nie aufhörst, die Bastarde zu beobachten, sagte er. Du hörst nie auf, darüber nachzudenken, wie du sie umbringen kannst. Du bist genauso, sagte ich. Finnen der Flinke wurde ich genannt, sagte er, weil ich um die Feinde herum tanzte. Ich tanzte und ich tötete. Früher besaß ich fünf Speere, sechs Pferde, zwei Schwerter, ein schimmerndes Kettenhemd, einen Schild und einen Helm. Ich hatte eine Frau mit Haaren bis zur Hüfte und einem Lächeln, das die Mittagssonne in den Schatten stellte, und jetzt nehme ich Heringe aus. Er stieß das Messer in einen Fisch. Und eines Tages komme ich hierher zurück und bringe Sverry um. Vergehe mich an seiner Frau, erwürge seine Brut und stehle sein Geld! <lacht> er lachte roh. Er hat alles hier! Wo immer hier auch ist, sagte ich. Jütland, wir kommen jeden Winter hierher. Seit wie vielen Wintern? Das ist mein Dritter, sagte Finn. Und wie hat er dich gefangen? Er warf den nächsten gereinigten Fisch in den Binsenkorb. Es gab einen Kampf, wir gegen die Nordmänner. Und die Bastarde haben uns geschlagen. Ich wurde gefangen und die Bastarde haben mich an Sverri verkauft. Und du? Verraten von meinem Herrn. Also noch ein Bastard, der den Tod verdient hat, was? Mein Herr hat mich auch verraten. Wie? Er hat mich nicht freigekauft. Er wollte meine Frau, verstehst du? Also hat er mich gehen lassen, und diese Freundlichkeit vergelte ich ihm, indem ich darum bete, dass er stirbt und dass seine Kinder in ihrer eigenen Scheiße verrecken und sein Getreide verdorrt und seine Hunde ersticken! Er bebte vor unbändigem Zorn. Graupel löste den Schnee ab und langsam schmolz das Eis am Ufer der Bucht. Aus abgelagertem Fichtenholz vom letzten Jahr machten wir neue Ruder. Und als sie fertig waren, zeigten sich erste Blumen am Saum der Schilfwiesen. Der Frühling kam. Und wir kalfaterten den Trader mit Tierhaaren, Teer und Moos. Wir luden den Ballast in den Kielraum, richteten den Mast auf und befestigten das gereinigte und geflickte Segel an der Ra. Sverry umarmte seine Frau, küßte seine Kinder und zwei seiner Leute hieften ihn an Bord. Rudert, ihr Bastarde! rief er. Rudert! Wut. kann dich am Leben halten. Aber mehr auch nicht. Manchmal, wenn ich krank war und mich zu schwach fühlte, um zu rudern, ruderte ich trotzdem. Denn wenn ich ins Stocken gekommen wäre, hätten sie mich über Bord geworfen. Ich ruderte, während ich kotzte, ruderte, während ich schwitzte, ruderte, während ich zitterte, und ich ruderte, während jeder Muskel in meinem Körper schmerzte. Ich ruderte unter Regen und Sonne und Wind und Graupe. Einmal hatte ich Fieber und dachte, ich würde sterben. Ich wollte sogar sterben. Aber Finnen flüsterte mir Beschimpfungen zu. Du schwächlicher Sachse. stachelte er mich an. Du bist ein Weichling, ein Jammerlappen, du sächsischer Abschaum. Ich grunzte eine Erwiderung und er knurrte mich erneut an dieses Mal lauter, so dass es Hacker im Bug hörte. Sie wollen, dass du stirbst, du Bastard, sagte Finnen. Also tu ihnen den Gefallen nicht. Rudere, du Sachsenschwächling. Rudere! Hacker schlug ihn dafür, dass er gesprochen hatte. Ein anderes Mal tat ich das Gleiche für Finnen. Ich erinnere mich, ihn in den Armen gehalten und ihm mit den Fingern Getreidebrei in den Mund geschoben zu haben. Bleib am Leben, du Bastard, befahl ich ihm. Diese Irrslinge sollen uns nicht klein kriegen. Lebe! Und er lebte weiter. In diesem Sommer fuhren wir nach Norden. Wir ruderten einen Fluss hinauf, der sich durch eine Landschaft aus Moos und Birken wand, die so weit nördlich lag, dass sich an Schattenplätzen immer noch Schnee hielt. Wir kauften Rentierhufe in einem Dorf zwischen den Birken und kehrten mit ihnen auf die See zurück, tauschten sie gegen Stoßzähne von Walrössern und Walknochen, für die wir dann Bernstein und Entenfedern einhandelten. Wir fuhren mit Malz und Robbenhäuten, Pelzen und Salzfleisch, Eisenerz und Fellen. In einer Felsenbucht verbrachten wir zwei Tage damit Schieferplatten zu laden, die zu Wetzsteinen verarbeitet werden würden. Und später tauschte Sverri den Schiefer gegen Kämme aus Hirschhorn, dicke Taurollen aus Robbenhaut und ein Dutzend schwere Bronzebarren. Und mit all dem kehrten wir in den jüdländischen Hafen Haitabu zurück. Dieser Handelshafen war so groß, dass es ein Sklavengelände gab, in das wir eingesperrt und von Speerträgern und hohen Mauern bewacht wurden. Finnen traf dort ein paar irische Landsmänner, und ich sprach mit einem Sachsen, der an der Küste Ostangliens von einem Dänen gefangen genommen worden war. Ist hier irgendwer aus Nordumbrien? Ich erntete von den Männern nur verständnislose Blicke. Nordumbrien. Rief ich erneut, und dieses Mal antwortete mir eine Frau auf der anderen Seite der Holzpalisade, die den Bereich der Männer und der Frauen trennte. Aus Unrippem, erklärte sie. Sie war eine Sächsin, fünfzehn Jahre alt und eine Gerberstochter. Ihr Vater hatte Graf Ivar Geld geschuldet, und um die Schuld auszugleichen, hatte Ivar das Mädchen genommen und es an Kjartan verkauft. Zuerst glaubte ich, falsch gehört zu haben. An Kjartan? fragte ich. An Kjartan, sagte sie ausdruckslos, der mir Gewalt angetan und mich dann diesen Bastarden verkauft hat. Kjartan lebt, erkundigte ich mich erstaunt. Aber er wurde doch belagert. Nicht während ich dort war, sagte sie. Und Sven, sein Sohn? Der hat mich auch vergewaltigt, sagte sie. Später, viel später, konnte ich mir die ganze Geschichte zusammenreimen. Guthret und Ivar hatten, unterstützt von meinem Onkel Elfric, versucht, Kjartan auszuhungern. Doch in ihrem Heer brach eine Krankheit aus, und Kjartan hatte angeboten, ihnen Abgaben zu zahlen. Die drei hatten sein Silber angenommen. Guthret hatte Kjartan außerdem das Versprechen abgerungen, keine Geistlichen mehr anzugreifen, und eine Weile lang war dieses Versprechen auch eingehalten worden. Aber die Kirche war zu reich, und Kiartan zu habgierig und so waren noch vor Ablauf eines jahres wieder mönche versklavt oder getötet worden die jährliche abgabe an silber die Guthred, ivar und elfrick von kiartan zugesagt worden war wurde einmal und dann nie wieder bezahlt also hatte sich nichts geändert die Gerbers Tochter wußte nichts über gisela am nächsten Tag beluden wir den Trader mit Barren aus Kupfer, Bronze und Eisen. Dann rollten wir Fässer voller Bier ins Heck des Schiffes und füllten den übrigen Laderaum mit Salzfleisch, hartgebackenen Brotringen und Schläuchen mit eingesalzenem Kabeljau. Sverri war guter Stimmung, und angesichts der vielen Vorräte, die wir geladen hatten, vermutete ich, dass wir eine lange Reise vor uns hatten. Wir segelten nordwärts und immer weiter nordwärts, und als der Abend kam, legten wir nicht an, und ebenso wenig an vielen weiteren Abenden. Dann sah ich eines Morgens eine schreckliche schwarze Klippenküste vor uns, an deren zerklüfteten Felsen sich wild schäumend die Wellen brachen, und dachte, wir hätten das Ziel unserer Fahrt erreicht. Doch wir gingen nicht an Land. Am nächsten Morgen ruderten wir unter lebhaftem Wind weiter, und wir ruderten den ganzen Tag nach Westen durch die Ödnis des wilden Meeres. Ragnar der Ältere hatte mich vor diesen Gewässern gewarnt und erzählt, dass es hinter ihnen weitere Länder gab, dass die meisten Männer, die versucht hatten, dorthin zu gelangen, jedoch niemals zurückgekehrt waren. In diesen westlichen Ländern, so erklärte er mir, wohnten die Seelen der toten Seeleute. Die Landschaften waren farblos, Nebel verhangen und Sturm gepeitscht und dennoch fuhren wir geradewegs dorthin und Sverri stand mit glücklicher Miene am Ruder. Unsere Fahrt dauerte zwei Wochen. Wir folgten dem Pfad der Wale und die Seekolosse wälzten sich herum, um uns anzusehen oder bliesen Wasser hoch und die Luft wurde kälter und der Himmel war immer zu bewölkt und ich glaubte, mein Leben würde am Saum dieses Meeres zu Ende gehen. Wo riesige Strudel die Schiffe in den Tod ziehen. Seevögel zogen ihre Kreise über uns, ihre Schreie verhallten in der weißen Kälte. Schaumgekrönte Wellen türmten sich zu grauen Bergen auf, unendlich und kalt. Und wir hatten nur an einem Tag günstigen Wind, so daß wir unter dem Segel fahren konnten, während die mächtigen grauen Wellen zischend an unserem Schiff entlang glitten. Und so, kamen wir nach Horn, im Land des Feuers, das manche Leute Thule nennen. Berge rauchten dort, und wir hörten Geschichten von zauberischen Becken voll heißen Wassers, obwohl ich selbst keines davon sah. Und es war auch nicht nur ein Land des Feuers, sondern eine Unendlichkeit voller Eis. Es gab Berge aus Eis, Flüsse aus Eis und Platten aus Eis, die in den Himmel ragten. Es gab Kabeljau, der länger war, als ein Mann groß ist. Und wir hatten dort gut zu essen. Und Sverli war glücklich. In Thule war seine Fracht dreimal mehr wert als in Dänemark oder im Frankenreich. Er verkaufte die Metallbarren und nahm Walknochen, Stoßzähne von Walrössern und Robbenhäute an Bord. Und wusste, dass er sehr viel Geld verdienen würde, wenn er sie heil bis nach Hause brächte. Die Fahrt zurück Richtung Osten war viel kürzer, da wir vor einem günstigen Wind segeln konnten. Wieder überwinterten wir in Jütland, wir zitterten in der Sklavenhütte, und nachts hörten wir Sverry im Bett seiner Frau grunzen. Der Schnee kam, das Ufer fror zu, und so brach das Jahr 880 an. Und ich war 23 Jahre alt und wusste, dass es mir bestimmt war, in Ketten zu sterben. Denn Svenny war aufmerksam, schlau und erbarmungslos. Und dann kam das rote Schiff. Das Schiff war nicht wirklich rot. Die meisten Schiffe werden aus Eichenholz gebaut, das mit der Zeit dunkel wird, doch dieses Schiff war aus Kiefernholz, und wenn das Licht morgens oder abends schräg übers Meer fiel, schien es die Farbe gerinnenden Blutes zu haben als wir es zuerst sahen wirkte es glutrot das war an dem abend an dem wir wieder auf see gegangen waren es kreuzte am östlichen horizont und kam schräg auf uns zu und über sein schmutzig graues segel liefen die spannseile und sverri sah den tierkopf an seinem bug und hielt es für ein piratenschiff so daß er den trader in die küstengewässer lenkte die er gut kannte das Wasser dort war seicht, und das rote Schiff zögerte, die Verfolgung aufzunehmen. Wir ruderten durch schmale Wasserläufe, scheuchten Wildvögel auf, und das rote Schiff blieb in Sichtweite. Doch es hielt sich vor den Dünen. Und dann kam der Abend, und wir änderten unseren Kurs und ließen uns von der Ebbe hinaus auf die offene See tragen, und Sveris Männer peitschten uns, damit wir so schnell wie möglich von der Küste wegruderten die morgendämmerung brach kalt und neblig an und als sich der nebel hob war das rote schiff verschwunden wir fuhren nach heiterbu um die erste fracht des jahres aufzunehmen doch als wir uns dem hafen näherten entdeckte sverri das rote schiff erneut und als es sich in unsere richtung wandte fluchte er wir konnten mit dem wind davonsegeln was es uns leicht machte zu entkommen aber auch so versuchte das rote schiff uns einzuholen Sie ruderten, und weil sie wenigstens zwanzig Ruderbänke hatten, waren sie viel schneller als der Trader, doch den Vorsprung, den uns der Wind gegeben hatte, konnten sie nicht aufholen, so dass wir am nächsten Morgen wieder allein auf einer leeren See waren. Wir kreuzten hinüber ins Land der Schweden, wo wir Biberkrallen und kotverschmierte Felle einluden. Diese Ladung tauschten wir gegen gute Kerzen aus gerolltem Wachs. Dann verschifften wir wieder Eisenerz, und so verging der Frühling und der Sommer kam. Und das rote Schiff tauchte nicht mehr auf. Wir vergaßen es. Sverry glaubte, es sei nun sicher, Heintabu anzulaufen. Und deshalb fuhren wir mit einer Ladung Rentierfälle hin. Und Sverry musste feststellen, dass er von dem roten Schiff nicht vergessen worden war. Er kehrte eilig an Bord zurück, wollte nicht einmal neue Fracht aufnehmen und sprach aufgeregt mit seiner Mannschaft. Das rote Schiff, sagte er, kreuzte auf der Suche nach dem Trader an den Küsten. Es war, so glaubte er, ein dänisches Schiff, und seine Mannschaft bestand aus Kriegern. Wer ist es? fragte Hacker. Das weiß niemand. Und welchen Grund haben Sie? Woher soll ich das wissen? knurrte Sverry, aber er war beunruhigt genug, um an Deck seine Runenstäbe zu werfen, und sie rieten ihm, Heiterbu sofort zu verlassen. Also machten wir uns auf den Weg zur Nordsee und er verkaufte an der Küste entlang gesalzenen Hering. Zum ersten Mal seit ich ein Sklave war, fuhren wir nach Britannien hinüber. Wir kamen bei einem Fluss in Ostanglien an Land und luden dicke Felle ein, mit denen wir zum Frankenreich fuhren, wo wir eine Ladung Eisenbarren kauften. Dann wandten wir uns wieder nach Norden und der Sommer ging zu Ende und die Gänse zogen über uns in großen Scharen nach Süden. Und zwei Tage Nachdem wir die Ladung aufgenommen hatten, sahen wir das rote Schiff vor der Küste Frieslands auf uns warten. Und dieses Mal hatte das rote Schiff einen Vorteil durch den Wind. Sveri sah den Tod kommen. "Alles ausladen!", rief er. Das war eine schwere Entscheidung, aber es war besser als der Tod. Und deshalb warfen wir all die Metallbarren über Bord. Und das Heck des Traders bäumte sich in den hereinrollenden Wellen auf, und wir wurden von heftigen Regenschauern verborgen, die von Westen herbeifegten und auf unser Schiff einhämmerten. Sverri küßte sein Hammeramulett, ließ das Segel einholen und steuerte den Trader gegen den Wind nach Westen, und seine Männer peitschten auf uns ein. Es war eine grausame Anstrengung, jeder Ruderschlag brannte in den Muskeln, bis ich glaubte, vor Erschöpfung die Besinnung zu verlieren. Erst die vollkommene Dunkelheit erlöste uns. Und dann lagen wir wie Tote in unserem Schiff, das von der nächtlichen See auf Wellenberge getragen und in tiefe, strudelnde Täler hinabgeworfen wurde. In der Morgendämmerung waren wir allein auf dem weiten Meer. Wind und Regen trieben von Süden heran, und das bedeutete, dass wir nicht rudern mussten, sondern das Segel aufziehen und uns vom Wind über die grauen Wassermassen tragen lassen konnten. Ich blickte mich nach dem roten Schiff um. Doch es war nirgends zu sehen. Und so kehrten wir nach Britannien zurück. Am späten Vormittag erreichten wir die Einmündung eines Flusses. Er war wie hundert andere seiner Art, und dennoch erkannte ich ihn wieder. Und deshalb wusste ich, dass er bei den Ruinen der römischen Festung lag, wo meine Versklavung ihren Anfang genommen hatte. Wir waren an die Mündung des Tein zurückgekommen. Sklaven, verkündete uns Sverry, das kaufen wir hier. Sklaven, genau wie ihr Bastarde, es seid. Sklaven nahm er nicht gerne als Ladung auf, denn sie erforderten ständige Überwachung und Verpflegung. Aber jetzt musste Sverry gute Geschäfte machen, und deshalb ruderten wir mit der Flut den Tein hinauf. Es ging auf Giram zu, und ich sah, dass die Sklavenpferche wieder aufgebaut worden waren und auf dem zerstörten Kloster ein neues Strohdach lag. Alles war wie zuvor. Sverri kaufte 33 Sklaven, die jüngsten waren fünf oder sechs Jahre alt, die ältesten vielleicht siebzehn oder achtzehn. Es waren alles Frauen und Kinder. Wir hockten am Ufer, als sie ankamen. Mit den gierigen Augen von Männern, die ihre Bedürfnisse nicht erfüllen können, starrten wir die Frauen an. Ein Dutzend Bewaffneter ritt hinter ihnen. Ich erkannte keinen von ihnen. Sverry ging an der Reihe der aneinander geketteten Sklaven entlang, prüfte die Zähne der Kinder und zog den Frauen die Kleider herunter, um ihre Brüste zu begutachten. Die Rothaarige wird dir einen hübschen Preis einbringen, rief einer der Reiter Sverry zu. Das werden sie alle. Ich hab sie mir gestern Abend vorgenommen, sagte der Mann. Also kriegt sie vielleicht ein Kind von mir. »Dann hast du zwei Sklaven zum Preis von einem, du glücklicher Hund!« Wir sollten Vorräte aus dem Kloster holen, und Sveri führte uns durch die Salzmarsch über den Fluss hinauf zu dem umgestürzten Steinkreuz, wo uns sieben berittene Männer bei einem Wagen erwarteten. Der Wagen war mit Bierfässern, Bottichen mit eingesalzenem Hering und geräuchertem Aal und einem Sack Äpfel beladen. Sveri schüttete einen Beutel Münzen auf dem Boden des Wagens aus. Hinknien, ihr Bastarde, knurrte er uns an, als die sieben Reiter näher an den Wagen kamen. Gehorsam knieten wir vor den Neuankömmlingen nieder. Wir müssen die Münzen prüfen, sagte einer von ihnen. Und ich erkannte die Stimme und sah auf und hatte Sven den Einäugigen vor mir. Und er erwiderte meinen Blick. Ich Senkte den Kopf. Fränkische Deniers, sagte Sverry stolz und hielt Sven ein paar der Silbermünzen hin. Sven nahm sie nicht. Er starrte mich an. Wer ist das? wollte er wissen. Sverry warf einen Blick auf mich. Osbert! Ich sah nicht aus wie Utrecht von bebernburg Mein Gesicht war von neuen Narben gezeichnet. Mein ungekämmtes Haar bildete eine verfilzte Masse, mein Bart war struppig, und meine Haut war so dunkel wie gebeiztes Holz, und dennoch starrte er mich weiter an. Komm her, Osbert! Ich konnte mich nicht gut bewegen, weil ich mit der Kette um meinen Hals mit den anderen Ruderern verbunden war, aber ich stand auf und schlurfte in seine Richtung. Sieh mich an, knurrte er. Ich gehorchte und sah ihm gerade in die augen und ich bemerkte sein gutes kettenhemd und seinen guten umhang und das gute pferd auf dem er saß ich ließ meine rechte wange zittern und speichel aus meinem mundwinkel tropfen als wäre ich halb verrückt und ich grinste als würde ich mich freuen ihn zu sehen und ich nickte wie ein blöder mit dem kopf und er mußte sich denken dass ich einfach nur einer von den vielen zugrunde gerichteten Irre gewordenen Sklaven war. Und er winkte mich weg und nahm die Münzen von Sverri. Und wir Ruderleute wurden angewiesen, die Fässer und Bottiche zum Schiff zu tragen. Sverri schlug mich auf den Rücken. Was hast du gemacht? Gezittert wie ein Blöder, gesabbert! Ich glaube, ich werde krank, Herr. Kennst du diesen Mann? Nein, Herr. Sverry blieb misstrauisch, doch er erfuhr nichts. Und als wir die Fässer auf den Trader hieften, der immer noch halb gestrandet am Ufer lag, ließ er mich in Ruhe. Aber als wir die Verpflegung verstauten, schlug er mich. Du bist von hier gekommen. Wie konnte ich das bloß vergessen? Hier haben sie dich zu mir gebracht. Er deutete auf die Ruinen auf dem Hügel. Was hast du mit Sven dem Einäugigen zu tun? Nichts, sagte ich. Du lügst, Scheißkerl. Er besaß das Gespür des Händlers für eine Verdienstmöglichkeit. Und deshalb ließ er mich von den anderen Ruderern losketten. Meine Fußfesseln und die Kette am Hals musste ich weitertragen. Sverry nahm das Ende der Kette und wollte mich zurück zum Kloster führen, doch auch Sven, hatte ein zweites Mal nachgedacht, und jetzt galoppierte er, gefolgt von sechs Reitern, auf uns zu. Hinknien, befahl Sverry. Schlitternd kam Svens Pferd auf dem Kies zum Stehen. Sieh mich an, hieß er mich erneut. Und ich sah hoch, und Spucke lief von meinem Mund in meinen Bart. Er schlug mich auf den Kopf, so fest, dass ich einen Moment lang die Besinnung verlor und auf die Seite fiel. Utrecht! Erklärte er Siegesgewiss. Du bist Utrett, Herr. Sverri stand neben mir, um mich zu beschützen, nicht weil er mich mochte, sondern weil er sich einen unverhofften Verdienst von mir versprach. Er gehört mir, sagte Sven, und sein langes Schwert glitt leise wie ein Flüstern aus der Fellgefütterten Scheide. Er gehört mir, bis ich ihn verkaufe, und euch, wenn ihr ihn kauft, sagte Sverri demütig, aber entschieden. Um ihn mir zu nehmen, sagte Sven, würde ich dich töten, Sverri, und genauso all deine Männer. Also ist mein Preis für diesen Mann dein Leben. Da wusste Sverri, dass er verloren hatte. Er verbeugte sich, ließ die Kette an meinem Hals los und trat einen Schritt zurück. Und ich wog die Kette in meiner Hand und schleuderte ihr loses Ende nach Sven und es fuhr zischend an seinem Gesicht vorbei und drängte ihn zurück. Und dann rannte ich. Die Fußketten behinderten mich, und mir blieb nichts anderes übrig, als in den Fluss zu laufen. Ich stolperte durch die niedrigen Wellen und wandte mich um, bereit, die Kette als Waffe einzusetzen. Und ich wusste, dass ich tot war, denn Svens Reiter setzten mir nach, und ich wartete noch weiter ins Wasser hinaus. Es war besser zu ertrinken, dachte ich, als Svens Folter zu erleiden. Da zügelten die Reiter ihre Pferde. Sven rannte zwischen ihnen hindurch, und dann blieb auch er stehen. Und ich stand bis zur Brust im Fluss und die Kette in meiner Hand störte mich. Und ich bereitete mich darauf vor, mich rücklings ins Todesdunkel des Wassers zu stürzen, als Sven sich umwandte und zu seinem Pferd rannte. In seinem Gesicht hatte Angst gestanden. Und ich ging das Wagnis ein, mich nach dem umzudrehen, was ihn erschreckt hatte. Und da kam vom Meer das rote Schiff. Seinen Bug schmückte ein Drachenkopf, und dahinter standen bewaffnete Männer mit Kettenhänden und Helmen. Sie rauschten wie im Lärm eines Sturmes heran, die Ruder ließen das Wasser aufspritzen, mit lärmenden Rufen verständigten sich die Krieger, und siedende Wasserstrudel kreisten um den breiten roten Bug. Ich taumelte zur Seite, um dem Schiff auszuweichen. Und dann kam der letzte Ruderschlag, und der Bug schrammte über das Ufer. Der dunkle Schiffsrumpf hing drohend über mir, und dann traf mich ein Ruderschaft in den Rücken und schleuderte mich unter Wasser, und als ich strampelnd wieder auf die Füße kam, sah ich, dass das Schiff zitternd zur Ruhe gekommen war und ein Dutzend Männer in Kettenhemden mit Speeren, Schwertern, Äxten und Schilden vom Bug sprang. Das war kein Händler, sondern ein Beuteschiff, und die Mannschaft war zum Töten hierher gekommen. Sven flüchtete, während seine Männer viel tapferer waren und den einbrechenden Kriegern entgegenritten doch die Tiere wurden schreiend mit den Äxten zu Fall gebracht und die Reiter am Strand abgeschlachtet, ihr Blut floss in die niedrigen Wellen, in denen ich mit offenem Mund stand und kaum glauben konnte, was ich doch mit meinen eigenen Augen sah. Sverry lag auf den Knien und hatte die Hände weit ausgebreitet, um zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Der Führer des roten Schiffes, prächtig anzusehen in seinem Helm, der von Adlerschwingen bekrönt war, führte seine Männer zu dem Weg durch die Marsch in Richtung der Klostergebäude. Er ließ ein halbes Dutzend Krieger am Ufer zurück, und einer von ihnen war von riesenhafter Gestalt, groß wie ein Baum und breit wie ein Fass, und er trug eine Kriegsaxt, von der das Blut troff. Er zog seinen Helm vom Kopf und grinste. Ich starrte ihn einfach nur ungläubig an, und sein Grinsen wurde noch breiter. Es war Steapa. Steapas notor. Steapa der Schlaue bedeutete das, und das war ein Scherz, denn er war nicht gerade der Klügste, doch er war ein großer Krieger, der einst mein geschworener Feind gewesen und seitdem mein Freund geworden war. Und jetzt grinste er mich vom Ufer aus an, und ich verstand nicht, weshalb ein westsächsischer Krieger auf einem Schiff der Nordmänner fuhr. Und dann begann ich zu weinen. Ich weinte, weil ich frei war. Und weil Steapas, breites, vernarbtes, finsteres Gesicht, das Schönste war, was ich gesehen hatte, seit ich zuletzt an diesem Ufer war. Ich wartete aus dem Fluss und umarmte ihn, und er klopfte mir unbeholfen auf die Schulter und konnte nicht mit dem Grinsen aufhören, weil er so glücklich war. Das haben Sie mit dir gemacht, sagte er und deutete auf meine Fußfesseln. Ich trage sie seit über zwei Jahren, sagte ich. ich stell die Füße auseinander, Herr, sagte er. Herr? Sverry hatte von dem, was Theapa gesagt hatte, dieses eine sächsische Wort verstanden erhob sich von den Knien und ging zögernd einen Schritt auf uns zu. Wer bist du? fragte er und fürchtete sich. Soll ich ihn umbringen? knurrte Steapa. Noch nicht, sagte ich. Ich habe dich am Leben erhalten, sagte Sverry. Ich habe dir zu essen gegeben. Ich richtete meinen Zeigefinger auf ihn. Schweig, sagte ich, und er schwieg. Stell die Füße auseinander, sagte Steapa erneut. Spann die Kette für mich. Ich tat, was er verlangte. Und dann holte er mit der Axt aus, und die breite Klinge zischte an meinem Schritt vorbei und fuhr krachend in die Kette. Du kannst jetzt laufen, sagte Steapa. Und so war es. Ich ging zu den Toten und suchte mir zwei Schwerter. Befreie diesen Mann. Ich deutete auf Finnen. Und Steapa schlug noch mehr Ketten durch. Und Finnen kam, übers ganze Gesicht grinsend, zu mir. Und wir starrten uns an, Freudentränen in den Augen, und dann reichte ich ihm eines der Schwerter. Einen Moment lang sah er die Klinge so ungläubig an, als könne er seinen Augen nicht trauen, dann nahm er sie am Heft und jaulte wie ein Wolf in der Dämmerung, und dann fiel er mir um den Hals. Er weinte. Du bist frei, sagte ich zu ihm. Ich bin wieder ein Krieger, sagte er. Ich bin Finnen, der Flinke. Und ich bin Utret, sagte ich, der Herr von Bebbernburg. Dann drehte ich mich zu Sverri um. Wut kochte in mir hoch. Ich bin Herr Utret, der Mann, der Oberlot am Meeresstrand getötet hat. Ich bin Utret! Ich raste inzwischen vor Zorn, ging steifbeinig zu Sverri hin und hob sein Kinn mit der Schwertklinge an. Ich bin Utret! Und du sagst: Herr, zu mir? Ja, Herr, sagte er. Und das ist Finnen von Irland, sagte ich. Und zu ihm sagst du auch Herr. Sverry sah Finnen an, konnte seinen Blick nicht ertragen und senkte den Kopf. Herr. Ich wollte ihn umbringen. Aber ich hatte so eine Ahnung, als könne mir Sverry auf Erden noch zu etwas Nütze sein. Und deshalb begnügte ich mich damit, Sverry das Messer in den Arm zu graben und ein S in sein Fleisch zu schneiden. Bei der Klosterruine musste es Werkzeuge für die Fußfesseln geben, denn dort hatten Kjartans Leute ihre Sklaven in Ketten gelegt. Also schickte Steapa zwei Männer los, die danach suchen sollten. Finnen vergnügte sich in der Zwischenzeit damit Hacker abzuschlachten, weil ich ihn nicht Zweri niedermetzeln lassen wollte. Die schottischen Sklaven beobachteten entsetzt, wie das Blut neben dem am Ufer liegenden Trader ins Wasser strömte. Danach tanzte Finnen vor Freude und sang eines seiner wilden Lieder, und dann brachte er die übrigen Männer von Sveris Mannschaft um. »Wieso bist du hier?«, fragte ich Steapa. »Ich wurde gesandt, Herr«, sagte er stolz. »Vom König natürlich.« Guthret hat dich hierher gesandt?« Guthred? fragte Steapa. »Nein, König Olfred natürlich.« Ich riss die Augen auf. »Olfred?« Olfred hat uns gesandt, bestätigte er. Aber das sind Dänen, ich deutete auf die Männer, die mit Steapa am Ufer zurückgeblieben waren. Manche sind Dänen, sagte er, aber die meisten von uns sind Westsachsen. Olfred hat uns ausgesandt. Olfred hat Dänen ausgesandt? Ein Dutzend von ihnen, sagte Steapa, und die sind nur hier, weil sie ihm Gefolgschaft leisten. Er deutete auf den Schiffsführer mit den Schwingen am Helm der mit großen Schritten zum Ufer zurückkam. Er ist die Geisel, sagte es der Apa, als wäre damit alles erklärt, und Alfred hat mich ausgesandt, damit er redlich bleibt, ich bewache ihn. Die Geisel? Dann erinnerte ich mich, wessen Zeichen die Adlerschwinge war und ich stolperte dem Führer des roten Schiffes entgegen, behindert von den Teilen der Kette, die ich an den Knöcheln hinterherschleppte, und der Krieger nahm beim Näherkommen den Helm ab, und ich konnte ihn kaum klar sehen, weil mir Tränen die Sicht raubten, trotzdem rief ich seinen Namen Ragnar. schrie ich Ragnar. Er lachte. Als wir uns erreicht hatten, umarmte er mich, wirbelte mich herum, umarmte mich noch einmal und dann schob er mich von sich. Du stinkst, sagte er. Du bist der hässlichste, haarigste, stinkendste Bastard, der mir je unter die Augen gekommen ist. Ich sollte dich den Krabben vorwerfen. Bloß glaube ich nicht, dass eine anständige Krabbe so etwas Ekelerregendes wie dich anrühren würde. Ich lachte und ich weinte. Alfred! Hat dich geschickt. Hat er. Aber ich wäre nicht gekommen, wenn ich gewusst hätte, was aus dir inzwischen für ein verdreckter Ziegenschiss geworden ist. Er lächelte übers ganze Gesicht und umarmte mich erneut. Gut, dich zu sehen, Utrecht Ragnarsson, sagte er. Ragnars Leute hatten die übrigen Truppen Svens in die Flucht geschlagen. Sven selbst war auf seinem Pferd Richtung Dannholm entkommen. Wir befreiten die Sklaven, verbrannten die Pferche und am Abend im Licht der brennenden Flechtzäune wurden die Schellen um meine Knöchel aufgeschlagen. Dann wusch ich mich. Die rothaarige schottische Sklavin kürzte von Finnen aufmerksam beobachtet mein Haar. Sie heißt Ethnie, sagte er zu mir. Er beherrschte ihre Sprache, obwohl ich so wie sie sich ansahen, glaubte unterschiedliche Sprachen wären für die beiden keine Hürde gewesen. Danach zog ich ein Lederwams, saubere Hosen und ordentliche Schuhe an. Anschließend aßen wir in den Ruinen der Klosterkirche. Und ich saß bei meinem Freund Ragnar und ließ mir die Geschichte von meiner Befreiung erzählen. Wir sind euch den ganzen Sommer über gefolgt, sagte er. Wir haben euch gesehen. Mit diesem Schiff konnte man uns auch kaum übersehen, was? Ist es nicht scheußlich? Ich hasse Schiffe aus Kiefernholz. Es heißt Drachenfeuer. Aber ich nenne es Wurmatem. Ich habe einen Monat gebraucht, um es seetüchtig zu machen. Und warum hat Alfred das angeordnet? Weil er meint, du hättest ihm bei Athendon seinen Thron gewonnen, sagte Ragnar und grinste. Vermutlich bist du einfach ein bisschen auf dem Schlachtfeld herumgestolpert und hast ordentlich Lärm veranstaltet. Aber damit hast du genug getan, um Alfred zu täuschen. Ja, ich habe genug getan, sagte ich sanft. Aber ich habe geglaubt, Orfred hätte nichts davon bemerkt. Er hat es bemerkt, sagte Ragnar. Aber er hat uns nicht allein deinetwegen losgeschickt. Er hat dafür auch noch ein Nonnenkloster bekommen. Was hat er bekommen? Ein Nonnenkloster. Sein Gott allein weiß, warum er unbedingt eins haben wollte. Ich hätte dich vielleicht gegen ein Hurenhaus eingetauscht, aber Orfred hat ein Nonnenkloster bekommen und scheint mit diesem Handel höchst zufrieden zu sein angefangen hatte es mit hild guthred hatte sein letztes versprechen gehalten das er mir gegeben hatte und hild respektvoll behandelt er gab ihr mein schwert und meinen helm er ließ ihr mein kettenhemd und meine armringe und er bat sie die begleiterin seiner jungen frau zu werden königin osper doch hild schrieb sich selbst die schuld für den verrat an mir zu sie glaubte, sie habe ihren Gott beleidigt, indem sie ihrer Berufung als Nonne nicht gefolgt war, und deshalb bat sie Guthred, nach Wessex zurückzukehren und wieder in ihren Orden eintreten zu dürfen, erklärte ihm, Gott und St. Cuthbert verlangten nach ihr, und von St. Cuthberts Ansichten ließ sich Guthred nur zu gern überzeugen. Auf diese Weise kehrte Hild nach Wessex zurück. Kaum angekommen, traf sie Steapa wieder, der immer etwas für sie übrig gehabt hatte sie hat mich nach Verfäden mitgenommen erzählte mir der abba und dort haben wir deinen hort ausgegraben dann haben wir ihn zu Alfred gebracht alles wir haben die beutel vor seinen füßen ausgeleert und er konnte kaum den blick davon abwenden der hort war hils waffe sie berichtete orfred von guthred und wie er mich verraten hatte und sie versprach orfred dass sie mit dem vielen Gold und Silber, das vor ihm auf dem Boden lag, ein Gotteshaus bauen und ihre Sünden bereuen und den Rest ihres Lebens als Braut Christi zubringen würde, wenn er Männer aussandte, um mich zu finden. Sie würde die Fesseln der Kirche anlegen, damit meine Eisenketten gelöst würden. Sie ist wieder Nonne geworden? fragte ich. Sie hat gesagt, sie wollte es, antwortete Steapa. Sie hat gesagt, Gott wollte es, und Alfred hat ja gesagt. Dann hat Alfred dich freigelassen? fragte ich Ragnar. Ich hoffe, er tut es, sagte Ragnar, wenn ich dich zurück nach Hause gebracht habe. Ich bin immer noch eine Geisel, aber Alfred meinte, ich könne nach dir suchen, wenn ich verspreche, zu ihm zurückzukehren. Wir werden alle bald frei sein. Gotham verhält sich ruhig. Er heißt jetzt König Ethelston. Also ist er wirklich Christ geworden? Der arme Kerl ist genauso fromm wie Alfred, sagte Ragnar mit finsterer Miene. Ich konnte die Männer mitnehmen, die mir in der Verbannung gedient haben, und die anderen sind Seeleute, die Steapa gefunden hat. Es sind Sachsen, versteht sich. Aber die Bastarde rudern gar nicht schlecht. Steapa hat behauptet, er sei hier, um dich zu bewachen, sagte ich. Steapa! Ragnar sah sich im Schein des Feuers um, das wir im Kirchenschiff entzündet hatten. Du stinkender Haufen Wieselschiss! Hast du wirklich gesagt, du bist hier, um mich zu bewachen? Aber das bin ich doch, Herr, sagte Steapa. Du bist ein Stück Dreck, aber du kämpfst gut. Ragnar grinste und wandte sich wieder mir zu. Und ich soll dich zurück zu Alfred bringen. Ich sah ins Feuer. Tira ist in Dannholm, sagte ich. »Und Kjartan lebt.« »Und ich gehe nach Dunholm, sobald Alfred mich freilässt«, sagte Ragnar. »Aber zuerst muss ich dich nach Wessex bringen. Ich habe einen Eid darauf abgelegt.« Und natürlich hat Olfred Brida bei sich behalten. Brida war Ragnars Frau. »Aber er wird sie wieder freilassen. Und dann verschaffe ich mir Geld und stelle eine Truppe auf. Und dann lasse ich Dunholm vom Antlitz der Erde verschwinden.« Du hast kein Geld? Nicht genug. Also erzählte ich ihm von Sveris Haus in Jütland und von dem Geld dort, und Ragnar dachte darüber nach, und ich dachte über Alfred nach. Alfred mochte mich nicht. Aber ich hatte ihm gute Dienste geleistet. Ich hatte ihm sogar sehr gute Dienste geleistet. Und diese Dienste hatte er mir sehr schlecht vergolten. Doch nun. Schuldete ich ihm meine Freiheit. Er hatte mich aus der Sklaverei geholt. Ich wusste, dass ich dafür würde bezahlen müssen. Orfred wollte mehr als Hilds Seele und ein neues Kloster? Er wollte mich. In Jütland gibt es also einen Hort zu holen? Ragnar starrte durch die Türöffnung. Ich kann nicht nach Jütland gehen, sagte er leise. Ich habe einen Eid geschworen. Dann kann ein anderer gehen, schlug ich vor. Du hast jetzt zwei Schiffe. Und Sverry erzählt uns bestimmt, wo er seinen Hort vergraben hat, wenn wir ihm genug Angst einjagen. Und so befahl Ragnar seinen zwölf Dänen am nächsten Morgen, mit dem Trader übers Meer zu fahren. Zum Anführer wurde Rollo bestimmt, Ragnars bester Steuermann. Finnen bat darum, mit Rollo fahren zu dürfen, und das schottische Mädchen Ethne begleitete Finnen, der nun ein Kettenhemd und einen Helm und ein langes Schwert an seiner Hüfte trug. Sverry war an eine Ruderbank auf dem Trader gekettet, und als das Schiff ablegte, sah ich Finnen mit derselben Peitsche auf ihn einschlagen, mit der Sverry uns monatelang den Rücken zernabt hatte. Dann schoben wir das rote Schiff vom Ufer weg und wandten uns dem offenen Meer zu, und die Sonne glitzerte wie frisch geschliffene Speerspitzen auf den niedrigen Wellen, und ein Fischadler kreiste über uns, und ich hob die Augen zum Himmel, und ich weinte. Freudentränen. Wir brauchten drei Tage, bis wir London erreichten, wo wir an die Dänen Silber zahlten denn sie trieben von jedem Schiff, das flussaufwärts fuhr, eine Abgabe ein. Danach dauerte es noch einmal zwei Tage bis Reddingham, wo wir Drachenfeuer aufs Ufer laufen ließen und mit Sverys Geld Pferde kauften. Es war Herbst in Wessex, die Zeit der Nebel und brachliegenden Felder. Wir ritten nach Sester, weil uns gesagt wurde, Orfred hielte dort Hof. Doch als wir ankamen, war er auf eines seiner Güter geritten und wurde an diesem Tag nicht mehr zurückerwartet. Daher ließ ich Ragnar, während sich die Sonne langsam hinter dem Gerüst von Orfreds großem Kirchenbau senkte, im Gasthaus zwei Kraniche zurück und machte mich auf den Weg zum nördlichen Stadtrand. Ich mußte nach dem Weg fragen und wurde eine lange Gasse hinuntergeschickt, an deren einer Seite die hohe Wehrpalisade der Stadt entlang führte, während sich auf der anderen Seite eine braune Holzwand mit einer niedrigen Tür befand, die durch ein Kreuz gekennzeichnet war. Ein paar Bettler hatten sich vor der Tür auf dem kotigen Schlamm niedergelassen. Als ich mich näherte, rückten sie ängstlich zur Seite. Ich klopfte und wartete. Gerade wollte ich erneut klopfen, als eine kleine Luke in der Tür aufglitt. Ich erklärte, was ich wollte, die Luke wurde zugeschoben, und ich wartete erneut. Zwei Frauen, die sich riesige Bündel Feuerholz auf den Rücken gebunden hatten, gingen vorbei, und hinter ihnen trieb ein Mann eine Kuh durch die Gasse. Ehrerbietig neigte er den Kopf vor mir, denn ich sah wieder aus wie ein Herr. Ich war in Leder gekleidet und an meiner Seite hing ein Schwert. Dann wurde die niedrige Tür entriegelt. Eine kleine Frau winkte mich herein. Ich duckte mich unter dem Türrahmen hindurch und sie schloss die Tür. Dann führte sie mich über ein Stück Wiese und bedeutete mir mit einer Geste, ich solle durch eine andere Tür in einen kahlen Raum mit Wänden aus Lehm und Flechtwerk gehen. Dort bildeten zwei Stühle die gesamte Einrichtung, und sie erklärte mir, ich könne mich auf einen von ihnen setzen. Darauf öffnete sie einen Fensterladen, so dass die letzten Sonnenstrahlen den Raum erhellten, und dann ließ sie mich allein. Dann wurde die Tür geöffnet, und drei Nonnen kamen herein. Zwei von ihnen stellten sich an die gegenüberliegende Wand, während die dritte zu mir kam, mich ansah, und leise zu schluchzen begann. Hild, sagte ich und stand auf, um sie zu umarmen, aber sie hielt mich mit ausgestreckter Hand davor zurück, sie zu berühren. Sie schluchzte weiter, aber sie lächelte auch. Gott hat mir verziehen, sagte sie. Das freut mich, sagte ich. Sie schniefte und bedeutete mir, ich solle mich widersetzen. Dann setzte sie sich mir gegenüber hin, und eine Zeit lang sahen wir uns nur an. Und ich dachte, wie sehr sie mir gefehlt hatte. Nicht als Geliebte, sondern als Freundin. Sie bemühte sich um Förmlichkeit. Ich bin jetzt die Äbtissin Hildegis, und es tut meinem Herzen wohl, dich zu sehen. Sie trug ein grobes, graues Gewand das zu den Kutten ihrer Begleiterinnen passte. Ein einfaches Holzkreuz hing hild um den Hals, und sie betastete es wie unter Zwang. Ich habe für dich gebetet, sprach sie weiter. Offenbar haben deine Gebete gewirkt, sagte ich unbeholfen. Ich habe all dein Geld gestohlen, sagte sie mit einem Hauch ihres alten Übermuts. Ich schenke es dir, sagte ich, sogar gern. Sie erzählte mir von dem Frauenkloster. Sie hatte es mit dem Geld von Pfeffhydens Hort gebaut und inzwischen beherbergte es 16 Nonnen und acht Laienschwestern. Unser Leben, sagte sie, haben wir Christus geweiht. Wir haben gelobt, jeden Tag um deine Rückkehr zu beten. Und nun werden wir jeden Tag zu ihm beten, um ihm für die Erhörung unserer Gebete zu danken. Ich sagte nichts, denn ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mit der Zeit begriff ich, dass Hild wirklich glücklich war. Sie tat etwas Nützliches. Sie hatte ihren Frieden mit ihrem Gott gemacht, und nach ihrem Tod wurde sie als Heilige verehrt. Wir haben den ganzen Tag zu tun, sagte sie, und selbst am Abend noch. Wir nehmen die Armen auf und kümmern uns um sie. Ich bin sicher, dass jetzt auch einige vor unserer Tür warten. Ja, einige sagte ich. Diese armen Menschen sind unsere Bestimmung, sagte sie, und wir sind ihre Dienerinnen. Sie lächelte mich kurz an. Und jetzt erzähle mir, was ich hören will, erzähle mir, was dir widerfahren ist. Also erzählte ich hier von den Reisen und von den seltsamen Orten und Menschen, die ich gesehen hatte, ich sprach über das Land aus Eis und Feuer, von den Walen, die sich durch das endlose Meer pflügen, und zum Schluss sagte ich, wie glücklich ich war, wieder frei zu sein, und wie sehr ich ihr dafür dankte. Hild blieb still, nachdem ich meine Erzählung beendet hatte. Sie hatte mich genau gemustert, so als wolle sie die Wahrhaftigkeit meiner Worte prüfen. War es schlimm? fragte sie nach einer Weile. Ich zögerte, wollte lügen, doch dann zuckte ich mit den Schultern. Ja. Aber jetzt bist du wieder Herr Utrecht, sagte sie. Und ich habe was dir gehört. Sie gab einer der Nonnen ein Zeichen und diese verließ den Raum. Wir haben alles für dich aufgehoben, außer deinem Pferd, sagte sie reumütig. Whitney, sagte ich, ich fürchte, es ist gestohlen worden. Der Herr Ivar hat es sich genommen. Ich sagte nichts, denn die Nonne war zusammen mit einer weiteren Gottesfrau zurückgekommen. Sie schleppten schwer an meiner sperrigen Rüstung und den Waffen. Auf ihren Armen trugen sie meinen Helm, mein schweres Lederwams, das Kettenhemd, meine Armringe und auch Wespenstachel und Schlangenhauch. Das alles ließen sie mir vor die Füße fallen, und mir traten Tränen in die Augen, als ich mich vorbeugte, um das Heft von Schlangenhauch zu berühren. Danke", sagte ich. "Ich habe darum gebetet", sagte Hild, "dass du dich nicht an König Guthred rächen wirst. Er hat mich versklavt", sagte ich barsch. Ich konnte kaum die Hand von meinem Schwert lösen. In den vergangenen beiden Jahren hatte ich so viele verzweifelte Momente erlebt momente in denen ich geglaubt hatte niemals mehr ein schwert in die hand zu bekommen ganz zu schweigen von schlangenhauch doch nun lag es vor meinen füßen gathred hat getan was er als das beste für sein königreich angesehen hat sagte hild ernst und er ist christ er hat mich versklavt wiederholte ich und du musst ihm vergeben sagte Hild mit Nachdruck, so wie ich den Männern vergeben habe, die mir Gewalt angetan haben. Und so, wie Gott mir vergeben hat. Gott hat sich meiner angenommen und mich mit seiner Gnade erfüllt und mir vergeben. Also schwöre mir, dass du Gathred verschonen wirst. Ich werde keine Eide darauf leisten, sagte ich Rau. Du bist kein ungnädiger Mensch sagte Hild. Das weiß ich. Also, lass auch bei Guthret Gnade walten. Er ist von gutem Wesen. Ich werde daran denken, wenn ich ihn treffe, sagte ich ausweichend. Und denke daran, dass er seine Tat bereut hat, sagte Hild. Und dass er es getan hat, weil er glaubte, so sein Königreich bewahren zu können. Und denke auch daran, dass er zur Buße diesem Haus Geld gegeben hat. An armen, kranken Leuten herrscht nie Mangel, aber an Almosen immer. Ich lächelte sie an, dann stand ich auf, löste das Schwert, das ich in Giram, einem von Svens Männern, abgenommen hatte, öffnete die Gewandfibel und ließ Umhang, Fibel und Schwert auf die Bodenspreu fallen. Das kannst du verkaufen, sagte ich. Dann zog ich mir keuchend vor Anstrengung mein schweres Kettenhemd über, gürtete mich mit meinen alten Schwertern und nahm meinen Helm mit dem Wolfskamm auf. Das Kettenhemd schien ungeheuer schwer auf mir zu lasten, nachdem ich so lange keine Rüstung mehr getragen hatte. Ich streifte die Armringe über meine Hände und dann sah ich Hild an. Einen Eid leiste ich dir, Äbtissin Hildiges. Ich werde dein Haus unterstützen, versprach ich, und du bekommst Geld von mir und kannst es vergrößern. Und du wirst immer unter meinem Schutz stehen. Sie lächelte bei meinen Worten. Dann griff sie nach einem Beutel, der an ihrem Gürtel hing, und zog ein kleines Silberkreuz heraus. Und das ist mein Geschenk für dich, sagte sie. Und ich bete. Dass du es ehren wirst, wie ich es tue, und dass du seine Lehre verstehst, Herr Utrecht. Sie gab mir das Kreuz, und unsere Finger berührten sich, und ich sah ihr in die Augen, und sie zuckte mit ihrer Hand zurück. Einen Herzschlag lang sah ich die alte Hild vor mir, die zarte, schöne Hild. Doch dann beherrschte sie ihre Miene wieder und bemühte sich um einen strengen Gesichtsausdruck. Jetzt kannst du zu Gesela gehen. Damals hat sie nicht mehr mit ihrem Bruder gesprochen, weil er dir das angetan hat. Sie war außer sich vor Wut. Ein starkes Mädchen. Und im heiratsfähigen Alter, sagte ich ruppig. Doch Hild lächelte nur sanft. Sie hat geschworen, auf dich zu warten. Ich berührte das Heft von Schlangenhauch. Ich war gleichzeitig voller Hoffnung und von Befürchtungen gequält. Und vielleicht tut sie es ja wirklich, fügte Hild an und trat dann unvermittelt einen Schritt zurück. Jetzt haben wir unsere Gebete zu verrichten, Arme zu speisen und Kranke zu heilen. Und damit war ich entlassen und nachdem ich mich durch die Tür des Konvents geduckt hatte, stand ich wieder in der schlammigen Gasse. Die Bettler wurden hereingeholt, und ich lehnte mich mit Tränen in den Augen rücklings an die Holzwand. Gisela, dachte ich. Gisela. Ich würde zurück nach Norden gehen, sobald es mir möglich war. Ich würde Gisela suchen. Am nächsten Tag suchte ich mir einen Waffenschmied. Schlangenhauch ist eine wunderbare Waffe. Sie wurde von Eldwulf gefertigt, einem Schmied aus Nordumbrien, und seine Klinge ist biegsam und stark. An der Griffstelle war das Heft an beiden Seiten mit Eschenholz belegt, und mit den Jahren war das Holz immer abgegriffener und glatter geworden. Solch ein abgenutzter Griff ist gefährlich. Im Kampf kann er dem Krieger leicht aus der Hand rutschen, besonders wenn Blutspritzer drauf sind. Und deshalb sagte ich dem Schmied, er solle mir neue Hölzer an das Heft des Schwertes nieten und das kleine Silberkreuz, das mir Hild gegeben hatte, in den Schwertknauf einlegen. Ich werde alles tun, Herr, sagte er. Ich zog Schlangenhauch, und als ich die Klinge in der düsteren Werkstatt ans Schmiedefeuer hielt, schimmerten in dem rötlichen Licht die Muster auf dem Stahl. Die Klinge war aus drei glatten und vier gedrehten Stangen geschmiedet worden. Sie waren erhitzt und gehämmert, erhitzt und gehämmert worden, und als die Klinge fertig war, als die sieben Stangen ein einziger, unbarmherzig schimmernder Streifen Stahl geworden waren, hatten die gedrehten Stangen einen geisterhaften Abdruck auf der Klinge hinterlassen. Daher hatte mein Schwert seinen Namen, denn die Muster sahen aus wie der wirbelnde Atemhauch einer Riesenschlange. Die Sonne schien an diesem schönen Herbsttag und ließ das frische Holz von Olfreds Kirche wie Gold schimmern. Ragnar und ich warteten auf den König. Wir setzten uns auf ein frisch abgemähtes Wiesenstück in einem Hof, und Ragnar beobachtete einen Mönch, der einen Stapel Pergamente zum königlichen Skriptorium trug. Hier wird alles aufgeschrieben, sagte er. Alles. Kannst du lesen? Ich kann lesen und schreiben. Das beeindruckte ihn. Ist es zu etwas Nütze? Mir hat es noch nie etwas genützt, räumte ich ein. Warum machen Sie es dann? erkundigte er sich. Ihre Religion ist aufgeschrieben, sagte ich. Unsere nicht. Eine geschriebene Religion? Das verblüffte ihn. Außerdem schreiben Sie auch die Gesetze auf. Alfred ist ganz versessen darauf, neue Gesetze zu machen. Und sie müssen alle in Büchern aufgeschrieben werden. Wenn sich ein Mann nicht an die Gesetze erinnern kann, sagte Ragnar, dann gibt es zu viele davon. Alfreds Rückkehr unterbrach uns. Er kam mit viel Hufgeklapper und einer lärmenden Schar Diener, Mönche und Priester. Zwei Männer trugen das Bett des Königs zurück in sein Zimmer während ein Mönch eine Schubkarre vor sich herschob, in der sich ein hoher Stapel Dokumente türmte, ohne die Alfred seine eintägige Abwesenheit offenbar nicht hätte überstehen können. Ein Priester eilte mit einem Altartuch und einem Kruzifix vorbei, während zwei weitere die Reliquien trugen, die Alfred bei all seinen Reisen begleiteten. Dann folgten noch mehr Priester, und mitten unter ihnen befand sich Alfred. Immer noch sah er aus wie ein Geistlicher hager, blass und gelehrt. Ein Priester redete lebhaft auf ihn ein, und er nickte, während er schweigend zuhörte. Seine Kleidung war bescheiden. Er trug einen schwarzen Umhang, der ihn aussehen ließ wie einen Kleriker, und keinen königlichen Stirnreif, sondern nur eine wollene Kappe. Ragnar und ich knieten nieder. Eine königliche Hand hob mein Kinn an, und ich blickte in das bleiche, schmale Gesicht mit den klugen Augen. Er blickte mich mit gewohntem Ernst an und brachte dann doch noch ein halbes Lächeln zustande. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen, Otred. Ich schulde euch Dank, Herr, sagte ich demütig, also danke ich euch. Steht auf, sagte er zu uns, und wir standen beide auf. Alfred sah Ragnar an, ich werde euch bald freilassen, Herr Ragnar. Ich danke euch, Herr. In einer Woche werden wir hier eine Feier zur Fertigstellung unserer neuen Kirche abhalten. Ja, Herr, sagte ich, und er verabschiedete sich mit einem Nicken. Und dann entdeckte mich Pater Beocca. Er war in Tränen aufgelöst, weil er mich lebend wieder hatte. Sein Haar, das immer rot gewesen war, hatte nun viele graue Strähnen. Er war jetzt über vierzig Jahre. Ein alter Mann. Und sein Schielauge wurde milchig. Er wurde oft wegen seines Hinkens und seiner verkümmerten linken Hand verspottet. Allerdings wagte das niemand, solange Beokka in meiner Gesellschaft war. Er kannte mich seit meiner Kindheit, denn er war bei meinem Vater in bebbernburg Priester. Und mein erster Lehrer gewesen. Mal liebte, mal verabscheute er mich, aber er hatte sich immer als Freund erwiesen. Er war auch ein guter Priester, ein kluger Mann und einer von Alfreds Kaplanen und er war glücklich in den Diensten des Königs. Und nun war er geradezu in einem Freudentaumel und strahlte mich unter Tränen an. Du lebst, sagte er und umarmte mich unbeholfen. Ich bin schwer tot zu kriegen, Pater. Das stimmt. »Das stimmt«, sagte er. Pater Bjorka fand uns am Abend im Gasthaus. Seine Hände waren mit Tinte beschmiert. »Ihr habt wieder geschrieben«, warf ich ihm vor. »Wir arbeiten an Listen von den Fjerds, der Grafschaften«, erklärte er. »Jeder Mann zwischen zwölf und sechzig muss jetzt dem König den Treueid leisten. Ich stelle die Listen zusammen, aber uns ist die Tinte ausgegangen.« »Kein Wunder«, sagte ich, »so wie ihr euch beschmiert habt.« Ragnar wartete im Hof, während biocker mich zu Alfred brachte, der sich in seinem kleinen Studierzimmer befand, ein Raum, der noch von dem Römergebäude stammte, das den Kern des königlichen Bezirks von Wittensester bildete. Ich war schon früher hier gewesen, deshalb überraschte mich die karge Einrichtung nicht und auch nicht der hohe Stapel Pergamente, der jeden Moment von dem breiten Fensterbrett zu rutschen drohte. Die Wände waren aus weißgekalktem Stein, so dass es recht hell war. Doch aus irgendeinem Grund hatte Alfred in einer Ecke zahlreiche Kerzen entzündet. In jede dieser Kerzen waren, mit einer Daumenbreite Abstand, tiefe Kerben eingeritzt. Die Kerzen konnten kaum der Beleuchtung dienen, denn die Herbstsonne flutete durch das große Fenster herein, und ich wollte ihn nicht nach ihrem Zweck fragen, um mir eine langwierige Erklärung darüber zu ersparen. An diesem Nachmittag trug Alfred ein braunes Gewand so dass er aussah wie ein Mönch. Magenschmerzen quälten ihn. Dennoch grüßte er mich herzlich. Utrett, bitte steh auf. Ich stand auf dem einzigen freien Fleck in dem kleinen Raum. Die geheimnisvollen Kerzen nahmen viel Platz ein, und Beocca lehnte an einer Wand neben Steapa, der sogar noch mehr Platz einnahm. Es überraschte mich, Steapa hier zu sehen. Alfred bevorzugte kluge Menschen und Steapa war im Grunde zu nichts weiter gut als Bier zu trinken und die Feinde des Königs abzuschlachten, was er beides mit atemberaubender Leistungsfähigkeit durchführte. Nun stand er mit unbehaglicher Miene neben dem Schreibpult des Königs, als sei es ihm unheimlich, hierher gerufen worden zu sein. Ich glaubte, Alfred wolle mich zu meiner qualvollen Zeit als Sklave befragen, denn er liebte Geschichten über ferne Orte und fremde Menschen, doch er sagte gar nichts dazu und fragte mich stattdessen nach meinen Ansichten über Guthred. Ich sagte, dass ich Guthred mochte, was den König zu überraschen schien. Du magst ihn? fragte Alfred nach dem, was er dir angetan hat? Er hatte kaum eine Wahl, Herr, sagte ich, ich habe ihm selbst erklärt, dass ein König rücksichtslos sein Reich verteidigen muss. Dennoch. Alfred musterte mich zweifelnd. Wenn wir einfachen Männer, Herr, von Königin Anerkennung erwarten würden, sagte ich mit meinem ernsthaftesten Gesichtsausdruck, dann würden wir immer nur Enttäuschungen erleben. Er sah mich streng an und brach dann in raues Gelächter aus. Du hast mir gefehlt, oret sagte er. Du bist der einzige Mann, der sich mir gegenüber Frechheiten erlaubt. Er hat es nicht so gemeint, Herr, sagte Beocca ängstlich. Natürlich hat er es so gemeint, sagte Alfred und setzte sich. Was hältst du von meinen Kerzen? fragte er mich. Ich meine, Herr, antwortete ich nachdenklich, dass sie bei Dunkelheit von größerem Nutzen sind. Ich versuche eine Uhr zu entwickeln, um die vergehenden Stunden anzuzeigen. Wie liest man doch an der Sonne ab, Herr, und bei Nacht an den Sternen. Nicht allen von uns ist es gegeben, durch Wolken hindurchsehen zu können, bemerkte er scharfzüngig. Jede dieser Markierungen soll eine Stunde darstellen. Wenn ich eine Kerze habe, die zwischen Mittag und Mittag vierundzwanzig Abschnitte verbrennt, dann weiß ich immer, welche Stunde wir haben. Wir müssen unsere Zeit sinnvoll nutzen sagte er. »Und um das tun zu können, müssen wir zuerst wissen, wie viel Zeit wir überhaupt haben.« »Ja, Herr«, sagte ich erkennbar gelangweilt. Alfred seufzte. Dann suchte er aus den Pergamenten eines heraus, an dem ein Siegel aus fahlgrünem Wachs hing. »Das ist eine Botschaft von König Gathred«, sagte er. »Gathred erbittet meinen Rat.« und ich werde eine Gesandtschaft nach furwick schicken. Pater Beocca hat sich damit einverstanden erklärt, dort an meiner Stadt zu sprechen. Außerdem wird Pater Beocca wertvolle Geschenke für König Gafred mitnehmen. Fuhr Orfred fort. Und diese Geschenke müssen geschützt werden, weshalb wir bewaffneten Geleitschutz brauchen. Ich habe überlegt, ob du vielleicht für diesen Schutz sorgen könntest, Otrert. Du und Steapa. Ja, Herr sagte ich dieses Mal voller Begeisterung, denn ich träumte nur noch von Gisela und sie war in weg Aber du musst wissen, sagte alfred dass es Beocca ist, der diese Gesandtschaft anführt. Er ist mein Botschafter und du wirst seine Anordnungen befolgen. Ist das klar? Gewiss, Herr, sagte ich, obwohl ich von alfred in Wirklichkeit keine Befehle entgegennehmen musste. Ihr werdet alle drei vor der heiligen Nacht zurückkehren und über eure Gesandtschaft berichten, sagte er. Und wenn du mir das nicht schwörst, er sah mir ins Gesicht, und mir schwörst, mein Mann zu sein, dann lasse ich dich nicht gehen. Ich zögerte. Ich wollte nicht wieder Alfreds Mann werden, aber ich spürte, dass ich hinter seiner sogenannten Gesandtschaft viel mehr verbarg als Guthred einen Rat zu geben. Wenn Alfred nur das wollte, könnte er es ebenso gut in einem Brief tun. Doch Alfred entsandte Steapa und mich. Und in Wahrheit verstanden wir beide nur von einer Sache etwas, und das war der Kampf. Dennoch zögerte ich, und das erboste den König. Muss ich dich daran erinnern, fragte Alfred schroff, dass ich viele Mühen auf mich genommen habe, um dich aus der Sklaverei zu befreien? Und warum? Habt ihr diese Mühen auf euch genommen, Herr? Beokka zischte wütend, weil ich nicht augenblicklich den Wünschen des Königs nachgegeben hatte, und Alfred war vor den Kopf gestoßen, doch dann schien er zu finden, dass meine Frage eine Antwort verdiente. Die Äbtissin Hildegis hat mich davon überzeugt, sagte er schließlich. Außerdem schien es mir so, dass ich dir mehr schuldete als das, womit ich dich für deine Dienste in Ethlingake entlohnt habe. Ich neigte den Kopf. Ich danke Euch, Herr, sagte ich, und Ihr sollt meinen Eid bekommen. So entscheidet sich unser Lebensweg. Lange Jahre hatte ich zwischen meiner Liebe zu den Dänen und meiner Zugehörigkeit zu den Sachsen geschwankt, und nun stand ich neben einer flackernden Kerzenuhr und diente mich einem König an, den ich nicht leiden konnte. Doch darf ich fragen, Herr, fuhr ich fort, in welcher Sache Guthred einen Rat braucht? Ivar Ivarsson ist seiner müde, sagte Alfred, und Ivar möchte einen anderen, einen wildfährigeren Mann auf dem Thron Nordumbriens sitzen sehen. Oder den Thron für sich selbst erobern, legte ich Alfred nahe. Ich glaube nicht, dass ich Ivar mit der schweren Verantwortung des Königtums belasten will, sagte Alfred. Er will Macht. Er will Geld. Er will Krieger. Und er will einen neuen Mann, der ihm die schwere Aufgabe abnimmt, unter den Sachsen die Gesetze durchzusetzen und von den Sachsen Steuern einzuziehen. Und dafür wird er einen Sachsen aussuchen. Dieser Gedanke ergab Sinn. Auf diese Art herrschten die Dänen gewöhnlich über die besiegten Sachsen. König Guthred sagte Alfred, versucht seinen Gesetzen bei Dänen und Sachsen gleichermaßen Geltung zu verschaffen, wenn er bestimmt, dass jeder Mann, gleich ob Heide oder Christ, den Zehnten an die Kirche abgeben muss. Eine Kirchensteuer war wirklich ein törichter Einfall. Der Zehnte war der zehnte Teil all dessen, was ein Mann erntete, züchtete oder herstellte, und die heidnischen Dänen würden solch ein Gesetz niemals annehmen. Ich hätte gedacht, so etwas müsstet ihr befürworten, Herr", sagte ich boshaft. "Natürlich befürworte ich den Kirchenzehnten", sagte Alfred müde. "Aber er sollte mit Überzeugung gegeben werden. Hilarem, datorem, dilegit Deus", warf Beocca wenig hilfreich ein. So steht es in der Heiligen Schrift. Gott liebt einen fröhlichen Geber", steuerte Alfred die Übersetzung bei. Aber wenn ein Land halb heidnisch und halb christlich ist, befördert man die Einheit nicht, indem man die mächtigere Hälfte beleidigt. Guthred muss den Dänen ein Däne sein und den Sachsen ein Christ. Das ist mein Rat an ihn. Wenn sich die Dänen erheben, fragte ich, ist Guthred dann stark genug, um sie zu besiegen? Er verfügt über den sächsischen Viert, jedenfalls über das, was noch davon übrig ist und einige dänische Christen, wenn es auch leider viel zu wenige sind. Meiner Schätzung nach kann er 600 Männer zu den Waffen rufen, aber weniger als die Hälfte von ihnen sind zuverlässige Kämpfer. »Und Ivar?« fragte ich. »Er tausend, und wenn ihn Kjartan unterstützt, werden es noch viel mehr. Und Kjartan ermutigt ihn. Kjartan hasst Gathred ganz besonders. Das liegt daran... Dass Guthret auf seinen Sohn gepisst hat, sagte ich. Er hat was getan? Fassungslos starrte mich der König an. Er hat Pisse auf sein Haar regnen lassen, sagte ich. Ich war selbst dabei. Gott im Himmel, sagte Alfred, der offensichtlich dachte, sämtliche Männer nördlich des Humber seien Barbaren. Was Guthret jetzt also tun muss, meinte ich, ist. Ivar und Kjartan zu vernichten? Das ist seine Angelegenheit, sagte Alfred zurückhaltend. Er muss Frieden mit ihnen schließen, sagte Beocca und sah mich stirnrunzelnd an. Frieden ist immer eine wünschenswerte Lösung, sagte Alfred ohne große Begeisterung. Wenn wir Missionare zu den nordumbrischen Dänen schicken, Herr, beharrte Beocca, dann wird der Friede kommen. Wie ich gesagt habe, gab Orfred zurück. Der Friede ist wünschenswert. Erneut hatte er ohne jede Inbrunst gesprochen. Und das, so dachte ich, ist seine eigentliche Botschaft. Er wusste, dass es keinen Frieden geben konnte. Es ist sehr zu wünschen, sagte er, während er immer noch die Kerzen besah, dass in Nordumbrien ein christlicher König regiert. Es wäre sogar am besten, wenn das Guthred wäre. Er ist Däne. Und wenn wir die Dänen für Gottes Lehre und die Liebe zu Jesus Christus gewinnen wollen, dann brauchen wir christliche dänische Könige. Was wir nicht brauchen, sind ein Kjartan und ein Ivar, die gegen die Christen einen Krieg anfangen. Sie würden die Kirche vernichten, wenn sie es könnten. Guthreds einziger Ausweg ist es, mit den Heiden Frieden zu schließen. Das ist ebenfalls mein Rat an ihn. Die letzten Worte richtete er an Beoka. Und wenn wir gerade von Heiden sprechen, Orfred sah mich an, was wird Graf Ragnar tun, wenn ich ihn freilasse? Er wird nicht für Ivar kämpfen, sagte ich fest. Kannst du dir dessen sicher sein? Ragnar hasst Kjartan, sagte ich, und wenn sich Kjartan mit Ivar verbündet, hasst Ragnar alle beide. Ja, Herr. Ich kann mir dessen sicher sein. Wenn ich Ragnar also freilasse, sprach Orfred weiter, und ihm erlaube, mit dir in den Norden zu ziehen, wird er sich dann nicht auch gegen Guthred wenden? Er wird gegen Chartan kämpfen, sagte ich. Aber was er von Guthred halten wird, das weiß ich nicht. Orfred wog meine Antwort ab und nickte dann. Es sollte ausreichen, sagte er. Wenn er gegen Kjartan ist. Dann lächelt er Beokka an. Eure Gesandtschaft Pater hat die Aufgabe, Guthred Frieden zu predigen. Ihr werdet ihm raten, den Dänen ein Däne und den Sachsen ein Christ zu sein. Ja, gewiss, Herr, sagte beokka aber seine Verwirrung war nicht zu übersehen. Olfred redete von Frieden, doch er schickte Krieger. Alfred wusste ganz genau, dass uns Beocca nichts befehlen konnte. Er träumte, das war es, was Alfred tat. Und seine Träume umfassten die gesamte britannische Insel. Gisela war schon verheiratet. Das hörte ich von Wulfir, dem Erzbischof von Elferwick, und er selbst hatte die zeremonie in einer großen kirche abgehalten ich war fünf tage zu spät gekommen und als ich die neuigkeit hörte ergriff mich verzweiflung gisela war verheiratet wir waren zu zehnt ragnar und brida steapa und ich und pater beocca der die aufsicht über drei diener und die packpferde führte Außerdem hatte Ragnar zwei Männer bei sich, die mit ihm in der Geiselhaft gelebt hatten. Wir alle ritten auf guten Pferden, die uns Alfred gegeben hatte, und wir hätten schnell vorankommen können, wenn wir nicht Bjorka dabei gehabt hätten. Er hasste das Reiten, und obwohl wir den Sattel seiner Stute mit zwei dicken Fellen ausgelegt hatten, konnte er die Schmerzen kaum ertragen. Die Grenze zu Nordumbrien überquerten wir unter prasselndem Regen, und es regnete immer noch als wir in Earl Furwick eintrafen. Und hier erfuhr ich, dass Gisela verheiratet war und zusammen mit ihrem Bruder Earl Furwick verlassen hatte. Ich habe das Ehesakrament gespendet, erklärte uns Erzbischof Wolfer. Er löffelte gerade Suppe und lange klebrige Tropffäden hingen in seinem weißen Bart. Das dumme Mädchen hat während der ganzen Zeremonie geweint und wollte nicht an der Messe teilnehmen. Aber das ändert nichts, sie ist doch so verheiratet. Und mit wem? fragte beorka Mit Herrn Elfrick, natürlich. Elfrick war in Eoferweg? fragte ich erstaunt, denn mein Onkel verließ bebenburg genauso ungern wie Kjartan die sicheren Mauern Dannholms hinter sich ließ. Er ist nicht selbst gekommen, sagte wolfher ja. er hat zwanzig Männer geschickt, und einer von ihnen hat Elfrick vertreten. Es war eine Stellvertreterhochzeit. »So etwas erlaubt das Gesetz.« »Und wo ist sie jetzt?« »Auf dem Weg nach Norden. Ihr Bruder bringt sie nach bebernburg Abt Erdred ist bei ihnen, und er hat natürlich auch den Leichnam des heiligen Cuthbert mitgenommen. Und dieser grässliche Rothwirt ist auch dabei. Ich kann Rothwirt nicht ausstehen. Er war der Dummkopf, der Guthrid davon überzeugt hat, den Dänen den Zehnten aufzuzwingen. Ich habe Guthrid erklärt, was das für eine Torheit ist.« aber Rothfield behauptete, seine Anweisungen von St. Cuthbert selbst zu erhalten. Also hatte nichts, was ich sagte, die geringste Wirkung. Und jetzt wird es Krieg geben. Krieg? Fragte ich. Hat Guthred der dänischen Seite den Krieg erklärt? Natürlich nicht. Aber Sie müssen ihn aufhalten. Der Tag, an dem Guthred seine Schwester und St. Cuthbert in Beberburg abliefert, ist der Tag, an dem ihm Alfred zweihundert Speerkämpfer gibt. Aber das lassen die Dänen nicht mit sich machen. Ich bin überzeugt davon, dass Ivar schon seine Streitmacht aufstellt, um diesem Unsinn ein Ende zu machen. Sie haben den gesegneten St. Cuthbert bei sich? fragte Beocca. Der Erzbischof musterte Beocca mit gerunzelter Stirn. Ihr seid ein merkwürdiger Gesandter, sagte er. Merkwürdiger? Ihr könnt nicht einmal gerade ausschauen, oder? Alfred muss wirklich knapp an Männern gewesen sein, wenn er so einen hässlichen Gesellen wie euch hierher schickt. Er wandte sich an seinen Diener. Nehmt alle Stühle mit ihr hirrenlosen Tölpel. Und du, bring mir mehr Brot. Wolfherr wollte verschwinden, bevor der Krieg zwischen Guthred und den Dänen ausbrach und in seinem Hof drängten sich Wagen, Ochsen und Packpferde. König Guthred hat St. Cuthbert mitgenommen, sagte der Erzbischof, weil das Alfreds Preis war. Er will den Leichnam genauso wie den fruchtbaren Schoß. Ich hoffe nur, er weiß noch, welchen von den beiden man vögelt. Mein Onkel, das wurde mir nun klar, strebte nach größerer Macht. Wenn Alfred den Leichnam St. Cuthberts an sich bringen könnte, würde er zum Beschützer aller nordumrischen Christen werden. Was er vorhat, sagte ich, ist Bernicia wieder aufzubauen. Es wird nicht lange dauern, bis er sich König nennt. Wulfiers Blick schien zu sagen, dass ich offenbar kein völliger Narr war. Ihr habt recht, meinte er. Ich habe Guthrie gewarnt. Ich habe ihm erklärt, dass ein toter Heiliger viel mehr wert ist als 200 Speerkämpfer. Aber er ist in einer verzweifelten Lage. Und wenn ihr ihn sprechen wollt, dann reitet ihr am besten nach Norden. Geht nach Norden, wiederholte er. Wenn ihr Glück habt, lebt der Dummkopf vielleicht noch. Wir ritten so schnell wir konnten. Wind erhob sich und blies uns schneidend ins Gesicht. Die ersten Leichen entdeckten wir neben der Straße. Dort lagen zwei nackte Männer, deren Wunden vom Regen ausgewaschen worden waren. Drei weitere Leichen lagen eine halbe Meile weiter nördlich, und zwei von ihnen hatten Holzkreuze um den Hals hängen, was bedeutete, dass es Sachsen waren. Blitze zuckten über den Hügel im Westen, und dann deutete Ragnar geradeaus, und ich sah unter dem peitschenden Regen eine Siedlung neben der Straße. Sie bestand aus ein paar niedrigen Häusern, dem, was eine Kirche gewesen sein mochte, und einem Palas, um den sich eine Holzpalisade zog. Zwei Dutzend Pferde standen an die Palisade angebunden, und als wir aus dem Sturm auftauchten, rannten ein Dutzend Männer mit Schwertern und Speeren aus dem Tor. Doch als sie die Armringe sahen, die Ragnar und ich trugen, wurden sie langsamer. Seid ihr Dänen? rief Ragnar. Wir sind Dänen! Sie senkten ihre Schwerter. Habt ihr irgendwo Sachsen gesehen? fragte einer von ihnen Ragnar. Nur Tote. Wir stellten die Pferde in einem der Häuser unter, hießen Beokas Diener und Ragnars zwei Männer die Pferde bewachen und gingen zu den Dänen in dem großen Palas, in dessen Feuerstelle hell die Flammen loderten. Die Männer, die um das Feuer saßen, rückten für uns zusammen. Sie beäugten den verschmutzen Beoka misstrauisch. Doch Ragnar war ein so unverkennbarer Däne, dass sie nichts sagten. Der Anführer war von Ragnar so beeindruckt, dass er sich fast verneigte. Ich bin Hakon, sagte er, von Onrippem. Ragnar Ragnarsson, stellte sich Ragnar selbst vor. Doch stellte er weder Steapa noch mich vor, nur in Bridas Richtung, nickte er kurz, und das ist meine Frau. Hakon hatte schon von Ragnar gehört. Ihr wart als Geisel in Wessex, Herr? fragte er. Das ist vorbei, sagte Ragnar knapp. Willkommen zu Hause, Herr, sagte Hakon. Man brachte uns Bier und Brot und Käse und Äpfel. Die Toten, die wir am Straßenrand gesehen haben, fragte Ragnar, war das Euer Werk? Sachsen, Herr. Wir hindern sie daran, sich zu sammeln. Diese Männer habt ihr mit Sicherheit daran gehindert, noch einmal zu einer Versammlung zu gehen. Auf wessen Befehl? fragte Ragnar. Von Graf Ivar, Herr. Er hat uns gerufen. Und wenn wir einen Sachsen mit Waffen finden, bringen wir ihn um. Mutwillig nickte Ragnar in Steapas Richtung. Der ist Sachse, und er ist bewaffnet. Hakon und seine Männer betrachteten den massigen, finster blickenden Steapa. Er ist mit euch zusammen, Herr. Und warum hat Ivar euch kommen lassen? fragte Ragnar. Dann hörten wir die ganze Geschichte. Oder jedenfalls, was Hakon darüber wusste. Guthrit war auf eben dieser Straße nordwärts gezogen. Aber Kjartan hatte Männer geschickt, die ihm den Weg abschnitten. Guthrit hat nicht mehr als 150 Speerkämpfer, berichtete uns Hakon, und Kjartan hat ihm zweihundert oder mehr entgegengeschickt. Guthrit hat es nicht auf einen Kampf ankommen lassen. Und wo ist Guthrid also? Er ist geflüchtet, Herr. Wir glauben, Richtung Westen, auf Kumbrien zu. Und Kjartan ist ihm nicht gefolgt? Kjartan, Herr, entfernt sich niemals weit von Dannholm. Er fürchtet, dass Elfrick von Bebbanburg einen Angriff auf Dannholm unternehmen könnte, wenn er weiter weg ist. Und wohin hat Ivar euch bestellt? erkundigte sich Ragnar. Nach Thresk, sagte Hakon. Nach Thresk? Ragnar war verblüfft. Thresk war eine Siedlung, die einige Meilen weiter östlich lag. Dann verstand er. Wird Ivar Elferbeck angreifen? Hakon nickte. Wenn wir Guthrets Stammsitz nehmen, Herr, sagte er, wohin kann er dann noch gehen? Bebenburg warf ich ein. Guthred wird von Reitern beschattet, sagte Hakon, und wenn er versucht, sich nach Norden zu wenden, wird Kjartan wieder gegen ihn ziehen. Er berührte das Heft seines Schwertes. Wir werden die Sachsen für immer auslöschen, Herr. Der Herr Ivar wird über eure Rückkehr glücklich sein. Ivar fand ich hatte seine Vorgehensweise sehr gut durchdacht. Guthred zog mit nur wenigen Kriegern und belastet von Priestern, Mönchen und einem toten Heiligen durch das Sturmwetter Nordumbriens, während seine Feinde unterdessen seinen Palast und seine Stadt besetzen würden. Und die ganze Zeit würde Kjartan verhindern, dass Guthred die Sicherheit von Bebbanburg erreichen konnte. Mit der Dunkelheit erschienen weitere Dänen. Sie waren alle unterwegs nach Thresk, und der Pallas bot guten Schutz vor dem schlechten Wetter, aus dem nun ein richtiger Sturm geworden war. Es gab genug Bier und unweigerlich betranken sich die Männer, doch es war ein fröhliches Trinken, denn Guthred hatte einen schrecklichen Fehler begangen. Jetzt hatten diese Dänen die Verheißung eines leichten Sieges und reicher Beute vor Augen. Wir besetzten einen der Schlafpodeste, die an der Wand standen. »Was wir tun müssen«, sagte Ragnar zu uns, »ist, nach Sinningthwaite zu gehen.« »Gleich, wenn es hell wird«, stimmte ich zu. »Warum nach Sinningthwaite?«, wollte Beocca wissen. »Weil dort meine Männer sind«, sagte Ragnar. »Aber wir müssen Gathred suchen«, beharrte Beocca. »Wir brauchen Männer, um ihn zu finden«, sagte ich, »und wir brauchen Schwerter.« Drei betrunkene Dänen hatten uns miteinander sprechen sehen und dass wir einen christlichen Priester in unser Gespräch einbezogen, machte sie neugierig, oder vielleicht brachte es sie auf. Sie wollten wissen, wer Beocca sei und warum wir ihn bei uns hatten. »Wir haben ihn für den Fall bei uns,« sagte ich, »dass uns einmal der Hunger überfällt.« Damit waren sie zufrieden, und als der Scherz die Runde machte, sorgte er für weiteres Gelächter. Über Nacht ebbte der Sturm ab, das Donnergrollen wurde immer leiser, und auch der Regen wurde nach und nach schwächer. Als der Morgen graute, ritten wir auf die Hügel im Westen zu. Ich dachte an Gisela, die irgendwo in diesen Hügeln umher irrte, weil ihr Bruder sie seiner Verzweiflung geopfert hatte. Wenn wir ihn finden, fragte Beorger mich, können wir ihn dann mit in den Süden zu Alfred bringen? Warum sollten wir das tun?, fragte ich zurück. Damit er überlebt. Alfred will dass er hier König bleibt«, sagte ich. »Dafür ist es zu spät«, sagte Beocca mit düsterer Miene. »Nein«, sagte ich, »es ist nicht zu spät.« Beocca starrte mich an, als sei ich verrückt geworden. Doch in all den Wirren, die Nordumbrien heimsuchten, hatte Ivar eines nicht bedacht. Ragnar. Ragnar besaß einen Streifen Land in den Hügeln. »Und so ritten wir nach Sinningthwaite«, und meine Kehle war wie zugeschnürt, als wir in das Tal galoppierten, denn ich hatte als Kind ganz nahe bei Sinningthwaite gelebt. Hier hatte mich Ragnars Vater aufgezogen. Hier hatte ich zu kämpfen gelernt. Hier war ich geliebt worden. Hier war ich glücklich gewesen. Und hier hatte ich Kjartan Ragnars Palas niederbrennen und alle seine Bewohner umbringen sehen. Und nun kam ich zum ersten Mal seit jener unheilvollen Nacht wieder hierher. Der erste Mensch, den ich sah, war Ethni, die schottische Sklavin, die wir in Giram befreit hatten. Sie trug zwei Wasserkübel und erkannte mich erst, als ich ihren Namen rief. Dann trat Finnen unter einem niedrigen Türsturz heraus. Er jubelte vor Freude, und noch mehr Leute tauchten auf, und mit einem Mal brach die ganze Menge in Jubel aus, weil Ragnar zu seinen Leuten zurückgekommen war. Finnen konnte nicht abwarten, bis ich abgestiegen war. Grinsend lief er neben meinem Pferd her. Willst du wissen, wie Sverry gestorben ist? fragte er. Langsam? riet ich. Und laut. Er grinste wieder. Und wir haben sein Geld. Viel? Mehr, als du dir vorstellen kannst, rief er überschwänglich. Und sein Haus haben wir auch niedergebrannt. Seine Frau und seine Kinder haben nur noch gejammert. Ihr habt sie am Leben gelassen? Er war verlegen. Sie haben Ethnie Leid getan, aber das Vergnügen, ihn umzubringen, war ohnehin nicht mehr zu übertreffen. Erneut verzog ein Grinsen sein Gesicht. Und ziehen wir in den Krieg? Wir ziehen in den Krieg. Wir müssen diesen Bastard von Garthred erledigen. Was? Sagte Finnen. Das würdest du gerne machen? Er hat uns einen Priester mit der Anordnung geschickt, wir müssten Geld an die Kirche bezahlen. Den haben wir gleich wieder weggejagt. Ich dachte, du bist ein Christ, sagte ich. Bin ich auch? Verteidigte sich Finnen. Aber ich will trotzdem verdammt sein, bevor ich einem Priester den zehnten Teil meines Geldes gebe. Die Männer von Sinningthwaite erwarteten, dass sie für die Sache Ivars in den Kampf ziehen sollten. Sie waren Dänen und sie betrachteten den bevorstehenden Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen Dänen und ehrgeizigen Sachsen. Doch viel Begeisterung war nicht zu spüren, denn Ivar wurde nicht gemocht. Der Bote mit Ivar's Sammlungsbefehl war vor fünf Tagen in Sinningthwaite eingetroffen, und Rollo, der die Männer in Ragnars Abwesenheit führte, hatte den Abzug absichtlich verzögert. Jetzt lag die Entscheidung bei Ragnar. Und an diesem Abend, an dem vor seinem Palas ein großes Feuer brannte, bat er seine Männer um ihre Meinung. Er hätte ihnen befehlen können, was immer er wollte, aber er hatte die meisten von ihnen drei Jahre lang nicht gesehen, und er wollte wissen, welche Stimmung unter seinen Leuten herrschte ich lasse sie reden erklärte er mir und danach sage ich ihnen was wir tun werden und was werden wir tun fragte ich ragnar grinste das weiß ich noch nicht rollo sprach als erster er hatte nichts gegen guthred sagte er aber er fragte sich ob es keinen besseren könig für nordumbrien gäbe ein land braucht einen könig sagte er und dieser könig sollte redlich und gerecht sein und großzügig und stark »Gathred ist weder gerecht, noch ist er stark. Er bevorzugt die Christen.« Beifälliges Murmeln erklang aus der Menge. »Biocca, der neben mir saß, verstand genug von dem, was gesagt wurde, um wütend zu werden. Seid still«, ermahnte ich ihn. »Gathred«, fuhr Rollo fort, »verlangt, dass wir Steuern an die christlichen Priester zahlen.« »Habt ihr es getan?« fragte Ragnar. »Nein.« wenn Guthred nicht der König ist, sagte Ragnar, wer soll es sonst sein? Ivar? Ein Schaudern lief durch die Menge. Niemand mochte Ivar, und niemand außer Beocca tat den Mund auf. Und auch er bekam nur ein Wort heraus, bevor ich seinen Widerspruch mit einem kräftigen Stoß in seine knochigen Rippen beendete. Was ist mit Graf Ulf? fragte Ragnar. Der ist inzwischen zu alt dafür, antwortete Rollo. Gibt es einen Sachsen, der uns Dänen in Frieden lassen würde? erkundigte sich Ragnar, doch erneut sagte niemand etwas. Ein anderer Däne also? schlug Ragnar vor. Rollo trat einen Schritt vor, als wolle er etwas Bedeutendes sagen. Wir würden euch folgen, Herr, sagte er zu Ragnar, denn ihr seid redlich und gerecht und großzügig und stark. Aus der Menge, die um das Feuer saß, erklang Beifall. Das ist Verrat, zischte Beokka. Seid still, sagte ich. Aber Orfred hat uns. Orfred ist nicht hier, sagte ich. Aber wir sind es. Also seid still. Ragnar sah in die Flammen. Er sah außergewöhnlich gut aus mit seinem kantigen, fröhlichen Gesicht, doch in diesem Moment war er beunruhigt. Er wandte mir seinen Blick zu. Du könntest der König sein, sagte er. Das könnte ich. Stimmte ich zu. Wir sind hier, um Gasfeld zu unterstützen, schnappte Beocca. Finnen, sagte ich. Hier neben mir sitzt ein schieläugiger, klumpfüßiger Priester mit einer verkümmerten Hand, der mich immer wieder reizt. Wenn er noch einmal etwas sagt, dann schneid ihm die Kehle durch. »Utritt!« kreischte Beocca. Diese eine Äußerung gestatte ich ihm noch, erklärte ich Finnen. Aber beim nächsten Ton schickst du ihn zu seinen Ahnen. Finnen grinste und zog sein Schwert. Beorka schwieg. »Du könntest König sein«, sagte Ragnar erneut zu mir, und ich spürte Bridas dunkle Augen auf mir. »Meine Vorfahren waren Könige«, sagte ich, »und ihr Blut fließt in mir.« »Es ist das Blut Odins.« Mein Vater hatte, obwohl er Christ war, immer mit viel Stolz erzählt, dass unsere Familie vom Gott Odin abstammte. Und du wärst ein guter König, sagte Ragnar. Es ist besser, wenn ein Sachse regiert, und du bist ein Sachse, der die Dänen liebt. Du könntest König Utred von Nordumbrien sein, und warum auch nicht? Breda sah mich immer noch an. Nun, forderte Ragnar meine Antwort, ich war in Versuchung. Ich gebe zu, dass ich sehr in Versuchung war. Mit Ragnar an der Seite konnte ich mir der dänischen Unterstützung sicher sein, und die Sachsen würden tun, was man ihnen befahl. Ivar würde es natürlich zu verhindern suchen, genau wie Kjartan und mein Onkel, aber das war nichts Neues. Und doch wusste ich, dass es nicht mein Schicksal war, König zu werden. Ich habe viele Könige gekannt, und ihr Dasein besteht nicht nur aus Reichtümern, Festen und Frauen. Ein König muss regieren. Er muss für den Ausgleich zwischen den mächtigen Thegen seines Reiches sorgen, er muss Rivalen aus dem Feld schlagen, er muss immer für gefüllte Geldtruhen sorgen, er muss die Straßen, die Festungen und die Streitmacht unterhalten. An all das dachte ich, während mich Ragnar und Brida nicht aus den Augen ließen und Biokka neben mir den Atem anhielt, und ich wusste, dass ich diese Verpflichtungen nicht auf mich nehmen wollte. Ich wollte Reichtümer, Feste und Frauen, aber nur diejenigen, die ich auch ohne einen Thron bekommen konnte. Das ist nicht mein Schicksal, sagte ich. Vielleicht aber weißt du auch nicht, was das Schicksal für dich bestimmt hat, meinte Ragnar. Mein Schicksal, sagte ich, ist es, über Bebernburg zu herrschen. Das weiß ich. Und ich weiß, dass Nordumbrien nicht von Bebernburg aus regiert werden kann. Aber vielleicht ist es ja dein Schicksal, sagte ich zu Ragnar. Er schüttelte den Kopf. Mein Vater, sagte er, und sein Vater und dessen Vater vor ihm waren alle Wikinger. Wir fuhren dorthin, wo wir Reichtümer holen konnten. Wir wurden vermögend. Unser Leben bestand aus Lachen, Bier und Kampf. Als König wäre ich ein Beschützer und müsste meinen Besitz vor anderen Männern verteidigen, die ihn mir nehmen wollten. Statt ein Wikinger zu sein, wäre ich zum Schäfer geworden. Ich will frei sein. Ich habe zu lange als Geisel gelebt und jetzt will ich meine Freiheit behalten. Ich will den Wind in meinen Segeln und meine Schwerter in der Sonne blitzen sehen. Ich will mir keine Pflichten aufbürden. Mit einem Mal grinste er, als sei er gerade eine schwere Bürde losgeworden. Ich möchte reicher als jeder König sein, verkündete er seinen Männern, und ich werde euch alle zusammen mit mir reich machen. Wer soll also König sein? fragte Rollo. »Gathred«, sagte Ragnar. Gott sei gepriesen, sagte Beocca. Ragnars Männer waren nicht sehr froh über diese Wahl. Der bärtige, magere Rollo, der Ragnar treu ergeben war, sprach für alle. Guthred bevorzugt die christen sagte er er ist mehr sachse als däne er will uns alle dazu bringen ihren angenagelten gott anzubeten er wird tun was er gesagt bekommt äußerte ich mit fester stimme und als erstes sagen wir ihm dass kein däne den zehnten an ihre kirche zahlen wird er wird ein könig sein wie es eckbert war und gehorsam die dänischen forderungen erfüllen Bjorka neben mir stotterte irgendetwas, aber ich beachtete ihn nicht. »Worauf es ankommt,« fuhr ich fort, »ist, welcher Däne ihm seine Anordnungen gibt. Soll es Ivar sein? Kjartan? Oder Ragnar?« »Ragnar!« riefen die Männer. »Und mein Wunsch?« Ragnar war näher an das Feuer gerückt, und im leuchtenden Flammenschein wirkte er größer und kräftiger. »Mein Wunsch,« wiederholte er, »ist es Kjartan geschlagen zu sehen.« wenn Ivar Guthred besiegt, dann wird Kjartan mächtiger werden und Kjartan ist mein Feind. Er ist unser Feind. Zwischen seiner Familie und meiner wird eine Blutfehde ausgetragen und ich will diese Fehde nun zu Ende bringen. Wir ziehen los, um Guthred zu helfen. Aber wenn uns Guthred nicht bei der Eroberung Dunholms unterstützt, dann schwöre ich euch, werde ich Guthred und alle seine Leute umbringen und den Thron besetzen aber ich warte lieber in Kjartans Blut als zum König aller Dänen zu werden. Ich habe mit Gathred keinen Streit, und mit den Sachsen auch nicht, und auch nicht mit den Christen. Ich streite mich mit Kjartan, dem Grausamen. Und in Dunholm, sagte ich, liegt ein Hort Silber, der den Göttern würdig wäre. Also werden wir Gathred suchen, verkündete Ragnar, und für ihn kämpfen. Etwa siebzig Krieger saßen um das Feuer. Das waren nicht viele, aber sie gehörten zu den besten in Nordumbrien, und sie trommelten mit ihren Schwertern auf ihre Schilde und riefen Ragnars Namen. Jetzt könnt ihr reden, erklärte ich Beocca, aber er hatte nichts zu sagen. Und in der nächsten Morgendämmerung ritten wir unter einem klaren Himmel los, um Guthred zu finden und Gisela. Ragnar hatte ein Dutzend Männer auf flinken Ponys als Vorhut losgeschickt. Sie waren wie Hunde, die nach einer Fährte suchten, und nun wollten sie Guthreds Spur finden. Wir gingen davon aus, dass er westwärts unterwegs war, doch die Späher hielten sich den ganzen Morgen über im Osten. Guthred versucht zurück nach Eröferweg zu kommen, vermutete Ragnar. Das ist ihm zu spät eingefallen, sagte ich. Oder die Angst hat ihn überwältigt, meinte Ragnar. Das klingt schon wahrscheinlicher, sagte ich. Am späten Vormittag jagte einer der Späher über die Moorlandschaft auf uns zu. Die Mähne seines Ponys flatterte im Wind. Bei uns angekommen, zügelte er sein Pferd in einem Wirbel von Torfbrocken und Farnkräutern und berichtete Ragnar atemlos Im Tal des Sveil liege ein großer Verband aus Männern und Pferden. Sie sind in Ketret, Herr. Auf unserer Seite des Flusses, Herr, sagte der Späher. In der alten Festung. Sitzen in der Falle. In der Falle? Außerhalb der Festung liegt eine weitere Streitmacht, Herr, sagte der Späher. Er war nicht nahe genug gewesen, um die Banner zu erkennen, aber zwei andere Späher waren in das Tal hinabgeritten, während der erste zu uns zurückgekehrt war, um uns zu berichten. Wir trieben unsere Pferde an. Um die Mittagszeit gab es einen heftigen Regenschauer, und gerade als er vorbei war, kamen uns die beiden anderen Späher entgegen, die zu den Feldern vor der Festung hinuntergeritten waren und mit den Kriegern gesprochen hatten. »Gathred ist in der Festung«, sagte einer von ihnen. »Und wer liegt davor?« »Kjartans Leute, Herr«, und dann grinste er. »Nur sechzig von ihnen.« »Ist Kjartan auch dort?« »Oder Sven?« »Nein, Herr, sie werden von einem Mann mit Namen Rolf geführt.« »Habt ihr mit ihm gesprochen?« »Mit ihm gesprochen und sein Bier getrunken, Herr. Sie behalten Gathred im Auge, sorgen dafür, dass er nicht entkommt.« Sie werden ihn dort festhalten, bis Ivar in den Norden heraufkommt. Nicht Kjartan? fragte Ragnar. Kjartan bleibt in Dannholm, Herr, sagte der Mann. Ivar wird hierher in den Norden kommen, nachdem er er auf fahrweg eingenommen hat. In dem Tal sind sechzig von Kjartans Männern, rief Ragnar seinen Kriegern über die Schulter zu. Sechzig Männer! Zum Töten! Dann rief er einem Diener zu, er solle ihm seinen Schild bringen. Anschließend wandte er sich wieder den Spähern zu. Für wen haben sie euch gehalten? Wir haben behauptet, Hakon zu dienen, Herr. Ragnar gab den Männern ein paar Silbermünzen. Das habt ihr gut gemacht, sagte er. Und wie viele Männer hat Guthred in der Festung? Rolf sagt, es sind wenigstens hundert, Herr. Hundert? Und da hat er nicht versucht, die sechzig Mann zu zerstreuen? Nein, Herr. Was für ein König, sagte Ragnar höhnisch. Wir ritten über die Hügelkuppe und vor uns im Tal lag Catred in einer der Flussschleifen des Swale. Die Römerfestung erstreckte sich nicht weit vom südlichen Ufer des Swale entfernt und die alten Erdwälle bildeten ein großes Viereck, in dem, um eine Kirche herum, die Häuser eines Dorfes standen. Jenseits der Festung lag die steinerne Brücke, die von den Römern erbaut worden war. Die Hälfte des alten Steinbogens stand noch. Als wir näher kamen, erkannte ich, dass sich innerhalb der Festung Pferde und Menschen drängten. Ein paar Reiter auf der nördlichen Seite des Flusses versperrten Guthred die Flucht über die andere Seite der Festung, während Rolf's 60 Reiter in den Feldern südlich der Festung geblieben waren. Gemeinsam wirkten sie wie Hunde, die einen Fuchsbau ausheben. Die Festung bot keinerlei Schutz ihre mauern waren längst in die gräben gesunken und es gab keine palisade so daß ein paar große schritte reichten um über die welle zu steigen guthred's männer hatten uns auf dem hügel gesehen und glaubten wohl wir wären ebenfalls feinde war dort gisela ich dachte an die art in der sie ihren kopf herumwarf und daran wie mich ihre augen unter dem dunklen haar angesehen hatten und wie von selbst trieb ich mein pferd ein paar schritte voran ich hatte über zwei Jahre an Sveris Ruder verbracht und nun war der Moment gekommen, von dem ich all die Zeit geträumt hatte. Also wartete ich nicht auf Ragnar. Ich ritt allein hinunter in das Tal des Whale. Die späte Herbstsonne schien hell über der immer noch regenfeuchten Landschaft. Kurz wandte ich mich im Sattel nach Ragnar um. Er folgte mir nicht auf geradem Weg, sondern schlug einen Bogen Richtung Osten. Dann erreichte ich den Fuß des Hügels und galoppierte durch das Flusstal auf die Römerstraße zu. Ich kam an einem christlichen Friedhof vorbei, auf dessen unebenem Grund viele Holzkreuze standen, die auf ein größeres Kreuz ausgerichtet waren. Die Straße führte an den Gräbern vorbei zum südlichen Eingang der Festung, von wo aus mich einige von Guthrids Männern beobachteten. Kjartans Leute trieben ihre Pferde an, um mich auf der Straße abzufangen, doch sie zeigten keinerlei Besorgnis. Warum auch? Ich schien ein Däne zu sein. Ich war allein und sie waren viele, und mein Schwert steckte in der Scheide. »Wer von euch ist Rolf?« rief ich beim Näherkommen. »Das bin ich.« Ein Mann mit schwarzem Bart lenkte sein Pferd auf mich zu. »Und wer bist du?« »Ich bin dein Tod.« antwortete ich, zog Schlangenhauch, drückte meinem Hengst die Fersen in die Seiten und er galoppierte los. Rolf war immer noch dabei, sein Schwert zu ziehen, als ich an ihm vorbei donnerte, weit mit Schlangenhauch ausholte und die Klinge durch seinen Hals fahren ließ, so daß sein Kopf und sein Helm nach hinten flogen, auf die Straße fielen und unter die Hufe meines Pferdes rollten. Ich lachte. Die Freude an der Schlacht überkam mich. Drei Männer waren vor mir und keiner von ihnen hatte schon sein Schwert gezogen. Ich griff den mittleren Mann an, indem ich mit meinem Pferd seines wegdrängte, ihm mit der flachen Seite meiner Klinge einen heftigen Schlag versetzte und schon war ich an Kjatans Männern vorbei und die Festung lag vor mir. Fünfzig oder sechzig Männer waren am Eingang der Festung aufgezogen. Unter ihnen erkannte ich Guthred. Seine hellen Locken glänzten in der Sonne und neben ihm war Gisela. Zwei von Kjartans Männern hatten mich verfolgt, während die anderen ziellos herumhasteten, verwirrt vor Entsetzen über Rolfs Tod und das unerwartete Auftauchen von Ragnars Kriegstruppe. Ich wandte mich zu meinen Verfolgern und riss mein Pferd dabei so heftig herum, dass ich seine Hufe in den Schlamm gruben und sich die beiden Krieger vor Schreck zurückzogen. Ich ritt hinter ihnen her. Einer war zu schnell, aber der andere hatte ein schwerfälliges Pferd. Und als er den Hufschlag meines Hengstes hinter sich hörte, holte er in einem verzweifelten Versuch, mich abzuwehren, mit seinem Schwert nach hinten aus. Ich fing die Klinge mit meinem Schild ab und stieß dem Mann Schlangenhauch in den Rücken, so dass er sich krümmte und schrie. Er fiel aus dem Sattel. Und dann nahm ich meinen Helm ab und trabte wieder zurück zur Festung. Ich prahlte. Natürlich prahlte ich. Einer gegen sechzig. Aber Gisela sah zu. In Wahrheit schwebte ich nicht in Gefahr. Die 60 Männer waren nicht kampfbereit gewesen, und falls sie mich jetzt angriffen, könnte ich mich zu Guthrets Männern retten. Aber Kjartans Männer verfolgten mich nicht. Sie waren zu sehr mit Ragnars Auftauchen beschäftigt. Also achtete ich nicht weiter auf sie und ritt stattdessen zu Guthred und seinen Männern. Habt ihr vergessen, wie man kämpft? Schrie ich sie an. Sie alle müssen sterben! Rief ich und deutete mit meinem Schwert auf Kjartans Männer. »Jeder einzelne von diesen Bastarden muss sterben, also kommt raus und tötet sie!« In diesem Moment griff Ragnar an, und man hörte den Zusammenprall von Schilden und das Klirren von Schwertern und die Schreie von Männern und Pferden. Kjartans Männer liefen auseinander. Ich sah die Männer am Eingang der Festung an. »Rypier! Klapper! Ich will, dass ihr diese Männer aufhaltet!« Klapper und Rypier starrten mich an, als sei ich ein Geist. Ich war froh, Klapper immer noch bei Guthred zu finden, denn Klapper war Däne und das bedeutete, dass Guthred weiterhin dänische Getreue zu seinen Leuten zählte. Klapper, du Irrsling, brüllte ich, steig auf dein Pferd und kämpfe! Ja, Herr! Ich ritt noch näher und sah auf Guthred hinunter. Hinter mir fand ein Kampf statt und Guthreds Männer waren aus ihrer Erstarrung erwacht und eilten zur Schlacht. Doch Guthred hatte keine Augen für den Gegner. Er starrte einfach nur zu mir herauf. Hinter ihm standen Priester und an seiner Seite war Gisela. Aber ich sah Guthrie einfach nur in die Augen und dort fand ich Angst. Erinnert ihr euch noch an mich? fragte ich kalt. Ihr würdet gut daran tun, sagte ich, ein königliches Beispiel zu geben und jetzt ein paar Männer zu töten. Habt ihr ein Pferd? Immer noch unfähig zu sprechen, nickte er. Dann steigt auf euer Pferd, sagte ich knapp, und kämpft. Guthrid nickte erneut und trat einen Schritt zurück, doch obwohl sein Bediensteter mit einem Pferd zu ihm kam, stieg Guthred nicht auf. Dann sah ich endlich Gisela an, und sie sah mich an. Und es schien mir so, als könnte man mit ihrem lodernden Blick ein Feuer entzünden. Ich wollte etwas sagen. Aber nun war ich selbst unfähig zu sprechen. Ein Priester zupfte sie am Arm, als wolle er sie von dem Kampf wegbringen, aber ich ließ Schlangenhaus blutige Klinge in seine Richtung zucken und der Priester erstarrte. Dann sah ich wieder Gisela an, und es kam mir so vor, als würde die Welt stillstehen. Ein leiser Windhauch spielte mit einer schwarzen Haarsträhne, die unter ihrer Haube hervorlugte. Sie schob die Strähne aus dem Gesicht, und dann lächelte sie. »Utret«, sagte sie, als würde sie meinen Namen zum ersten Mal aussprechen. Gisela, bekam ich heraus. Ich wusste, dass du zurückkommen würdest, sagte sie. Ich dachte, ihr wolltet kämpfen gehen, knurrte ich Guthrit an, worauf er wie ein geprügelter Hund losrannte. Hast du ein Pferd? fragte ich Gisela. Nein. Du! rief ich einem Jungen zu, der mich mit aufgerissenen Augen angaffte. Hol mir das Pferd her. Ich deutete auf den Hengst des Mannes, den ich verletzt hatte. Der Junge brachte mir den Hengst, und Gisela stieg in den Sattel. Sie streckte ihre Hand aus und berührte meine Wange. Du bist magerer geworden, sagte sie. Du auch. Seit dem Moment, in dem du weggebracht wurdest, sagte sie, war ich nicht mehr glücklich. Sie riss die Leinenhaube von ihrem Kopf und löste ihr schwarzes Haar, so dass es um ihre Schultern fiel, wie bei einem unverheirateten Mädchen. Ich bin nicht verheiratet, sagte sie, jedenfalls nicht richtig verheiratet. Noch nicht, sagte ich, und mein Herz quoll über vor Freude. Wir mussten mehr als fünfzig von Kjartans Männern getötet haben, als alles durcheinander kam, weil Guthreds Leute, Kjartans Männer und Ragnars Dänen nicht unterscheiden konnten und deshalb entkamen einige unserer Gegner, während wir die Kämpfer auseinanderhielten. Finnen, der von zwei Männern aus Guthreds Haustruppe angegriffen worden war, hatte beide umgebracht und als ich dazu kam, war er dabei, sich über einen dritten herzumachen. "Der ist auf unserer Seite", rief ich. "Er sieht aber aus wie eine Ratte", knurrte Finnen. "Er heißt Citric", sagte ich. Und er hat mir einmal Treue geschworen. Sieht trotzdem aus wie eine Ratte. Bist du auf unserer Seite? rief ich Citric zu, oder gehörst du jetzt zum Heer deines Vaters? Herr, Herr? Citric rannte zu mir und fiel in dem aufgeweichten Schlamm neben meinem Pferd auf die Knie. Ich bin immer noch euer Mann, Herr. Du hast Gathred keinen Treueid geleistet? Nein, Herr. Ich bin so beim König geblieben. Das stimmt, sagte Gisela. Ich ließ Gisela mein Schwert halten und reichte Citric die Hand. »Also bist du immer noch mein Mann?« »Natürlich, Herr.« Meine Hand fest umklammernd starrte er mich ungläubig an. »Aber zu viel bist du nicht nütze,« sagte ich, »wenn du nicht einmal einen mageren Iren wie den da erledigen kannst.« »Er ist schnell, Herr,« sagte Citric. »Bring ihm deine Kniffe bei,« sagte ich zu Finnen und tätschelte dann Citricks Wange. Gut dich zu sehen, Cedric. Guthret hatte sich ins Dorf zurückgezogen. Pater Beocca war es gelungen, einige Priester Guthreds ausfindig zu machen, und er hinkte auf uns zu. Es ist vereinbart, sagte er, dass wir dem König in der Kirche unsere Aufwartung machen. Versuche, das Blut von deinem Kettenhemd abzuwischen, Uhtred. Wir sind eine Gesandtschaft. Ich ritt mit Gisela zu der Kirche. Beocca eilte zu Fuß hinterher, aber er war viel langsamer als wir. Warte auf mich, rief er. Ich wartete nicht. Stattdessen trieb ich meinen Hengst noch mehr an und ließ Bjorka weit hinter mir. In der Kirche war es sehr düster. Das einzige Licht stammte von einem kleinen Fenster über der Tür und von einigen schwächlichen Binsenkerzen, die auf dem Altar brannten. St. Cuthberts Sarg stand zusammen mit den beiden anderen Reliquientruhen vor dem Altar, und daneben saß, flankiert von zwei Männern und einer Frau, Guthred auf einem Milchscheme. Einer der Männer war Abt Erdred und Pater Rothwirt war der andere. Die Frau war jung, hatte ein rundliches, hübsches Gesicht und einen schwangeren Bauch. Es war Osper, Guthreds sächsische Königin. Etwa zwanzig Krieger standen auf der linken Seite der Kirche und eine noch größere Anzahl Priester und Mönche auf der rechten. Sie hatten sich gestritten, doch als ich die Kirche betrat, verstummten sie alle. Gisela hatte ihre Hand auf meinen rechten Arm gelegt. Nebeneinander gingen wir durch die Kirche, bis wir vor Guthred standen. Ich werde eure Schwester heiraten, erklärte ich ihm. Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ein Mönch zuckte, als wolle er Widerspruch einlegen, doch er wurde von einem Gefährten zurückgehalten, und ich bemerkte, dass es die Götter an diesem Tag besonders gut mit mir meinten, denn die beiden waren Yenbirth und Aida, die Mönche, die meine Versklavung in die Wege geleitet hatten. Doch dann erklang Widerspruch von der anderen Kirchenseite. Die Dame Gisela, vernahm ich, ist schon verheiratet. Der Sprecher war ein grauhaariger, stämmiger Mann. Er trug eine Silberkette um den Hals, und als ich auf ihn zuging, warf er streitlustig den Kopf in den Nacken. Ihr seid Aiden, sagte ich. Es war nun fünfzehn Jahre her, dass ich nicht mehr in Bebernburg war, aber Aiden erkannte ich dennoch. Er war einer der Türhüter meines Vaters gewesen. Die Silberkette aber zeigte deutlich, dass er seither in einen höheren Rang aufgestiegen war. Ich schnippte gegen die Kette. Was seid ihr jetzt, Aiden? Erkundigte ich mich. Verwalter des Herrn von bebernburg sagte er verdrießlich. Er erkannte mich nicht. Wie hätte er mich auch erkennen sollen? Ich war neun Jahre alt gewesen, als er mich zum letzten Mal gesehen hatte. Also seid ihr mein Verwalter, sagte ich. Euer Verwalter? fragte er. Dann begriff er, wer ich war, und tat einen Schritt zurück zwischen zwei junge Krieger. Aiden war keine Memme vor mir zu stehen, hatte ihn aus der Fassung gebracht. Er erholte sich jedoch schnell und sah mich herausfordernd an. Die Dame Gisela, sagte er, ist verheiratet. Bist du verheiratet? fragte ich Gisela. Nein, sagte sie. Sie ist nicht verheiratet, erklärte ich Aiden. Guthried räusperte sich, als wolle er sprechen, aber dann sagte er doch nichts, denn Ragnar und seine Leute kamen in die Kirche. Die Dame ist verheiratet. wurde eine Stimme aus den Reihen der Mönche laut. Ich drehte mich um und erkannte, dass es Bruder Jenberth war. Sie ist mit dem Herrn Elfrick verheiratet. Sie ist mit diesem Stück Läusedreck von einer huren Mutter verheiratet? Aiden stieß einem der jungen Krieger neben ihm den Ellbogen in die Seite, und der Mann zog sein Schwert. Der andere tat es ihm gleich, und ich lächelte sie an, und dann zog ich ganz langsam Schlangenhauch. Dies ist ein Gotteshaus! rief Abt Erdred aufgeregt. Steck die Schwerter weg! Die beiden jungen Männer zögerten, doch als ich Schlangenhauch nicht in die Scheide zurückleiten ließ, hielten auch sie ihre Schwerter weiter bereit. Utrecht! Dieses Mal unterbrach mich Beocca. Er stürmte in die Kirche und drängte sich zwischen Ragnars Männer nach vorn. Pater, sagte ich, erinnert ihr euch an Aiden? Verwirrung zeigte sich auf Beoccas Gesicht. Dann erkannte er den Verwalter, der all die Jahre, die Beocca meinem Vater als Priester gedient hatte, auf Bebernburg gewesen war. Aiden, erklärt ihr mir, wie Gisela mit einem Mann verheiratet sein kann, den sie noch nie gesehen hat? Aiden warf einen Blick zu Guthrid hinüber, als erwarte er vom König Hilfe. Doch Guthrid saß immer noch da, wie erstarrt. Ich habe Herrn Elfrick an ihrer Seite vertreten, sagte Aiden. Also ist sie in den Augen der Kirche verheiratet. Habt ihr sie auch mit in euer Bett genommen? erkundigte ich mich, und die Priester und Mönche zischten vor Empörung. Natürlich nicht, sagte Aiden beleidigt. Wenn keiner sie gehabt hat sagte ich, dann ist sie nicht verheiratet. Eine Stute ist nicht gezähmt, bevor sie nicht gesattelt und zugeritten wurde. Bist du zugeritten worden? Fragte ich Gisela. Noch nicht, sagte sie. Sie ist verheiratet, beharrte Eden. Es ist wahr, sagte Beorka ruhig. Wenn ich euch jetzt also umbringe, gab ich Eden zu bedenken, ohne auf Beocca zu achten. Ist sie dann Witwe? Aiden schob einen der Krieger auf mich zu, und, närrisch wie er war, griff er mich an und Schlangenhauch schlug einmal hart zu, so dass sein Schwert weggeschleudert wurde und meine Klinge auf seinen Bauch zeigte. Ich bin Utrett, ich bin der Herr von Bebernburg, und ich bin der Mann, der Oberlotbroxon am Meer getötet hat. Ich drückte ihm die Spitze meines Schwertes in den Bauch, so sodass er zurückweichen musste. Ich habe mehr Männer umgebracht, als du zählen kannst, erklärte ich ihm. Aber lass dich davon nicht abhalten, gegen mich zu kämpfen! Versuch's! Doch er tat nichts dergleichen. Stattdessen machte er den nächsten schwankenden Schritt zurück, und der andere Kämpfer tat das Gleiche. Das war wenig überraschend, denn inzwischen standen Ragnar und Steapa neben mir, und hinter ihnen drängte sich eine Gruppe Dänen in Kettenhemden, die mit Äxten und Speeren bewaffnet waren. Ich wandte mich wieder an Aiden. Ihr könnt jetzt zu meinem Onkel zurückkriechen, sagte ich, und ihm sagen, dass er seine Braut losgeworden ist. Utred. Endlich war es Guthret gelungen, ein Wort herauszubringen, doch ich achtete nicht auf ihn. Stattdessen ging ich auf die Seite der Kirche, auf der die Priester und Mönche dicht beieinander standen. Gisela hatte wieder ihre Hand auf meinen Arm gelegt und kam mit. Als wir vor Yenberth standen, gab ich ihr Schlangenhauch zum Halten. Glaubst du, dass Gisela verheiratet ist? fragte ich ihn. Alles, sagte er, wurde nach Recht und Gesetz und den Geboten der Kirche durchgeführt. Diese Frau, er sah Gisela spöttisch an, ist verheiratet. Irgendetwas an seinem verkniffenen, hochmütigen Gesicht reizte mich unsäglich. Also streckte ich den Arm aus, packte ihn am Haar, zerrte seinen Kopf nach unten, und dann hob ich mit einem Ruck mein rechtes Knie, so dass sein Gesicht heftig gegen den metallenen Beinschutz meines Oberschenkels prallte. Dann zerrte ich seinen Kopf wieder hoch und blickte ihm in sein blutiges Gesicht. Ist sie verheiratet? Sie ist verheiratet, sagte er, und seine Aussprache war von dem Blut in seinem Mund unklar. Also riss ich ihn wieder nach unten, und dieses Mal spürte ich an meinem Knie, wie seine Zähne ausbrachen. Ist sie verheiratet? fragte ich. Er antwortete nicht, also riss ich seinen Kopf erneut hinunter, und nun brach seine Nase an meinem Knieschutz. Ich habe dich etwas gefragt, sagte ich. Sie ist verheiratet? beharrte Jenbath. Mich hatte ein unfassbarer Zorn ergriffen. Das hier war der willfährige Mönch, den sich mein Onkel gezähmt hatte. Der Mann, der mit Gathred ausgehandelt hatte, dass ich zum Sklaven werden sollte. Er hatte sich gegen mich verschworen, er hatte versucht, mich auszulöschen, und diese Erkenntnis ließ meinen Zorn unbeherrschbar werden. Mit einem Mal erfüllte mich blutrünstige Wut, die noch gesteigert wurde durch meine Erinnerungen an die Erniedrigungen, die ich auf Trade hatte erdulden müssen. Also zerrte ich Yenberths Kopf erneut zu mir und schnitt ihm die Kehle durch. Wespenstachel zu ziehen dauerte einen Augenblick und in diesem Augenblick sah ich, wie der Mönch ungläubig die Augen aufriss und ich gebe zu, dass ich es selbst kaum fassen konnte, was ich da tat, aber ich tat es dennoch. Das Blut schoss an meinem Kettenhemd herunter. Dann brach Yenberth zuckend und Blutblasen spuckend auf der feuchten Binsenspreu zusammen. Die Mönche und Priester kreischten wie Frauen. Keiner von ihnen hatte einen glatten Mord erwartet. Sogar ich selbst war überrascht darüber, was mein Zorn angerichtet hatte. Aber ich bedauerte es nicht, und ich sah es auch nicht als Mord, ich sah es als Rache. Und darin lag ein ganz besonderes Vergnügen. Jeder Schlag, den ich an Sverdis Ruder getan, und jeder Hieb, den mir einer von Sverdis Leuten versetzt hatte, lag in diesem einen Schwertstreich. Ich richtete meinen Blick auf den Boden, und dann hob ich meine Augen zu Bruder Aida. Ist Gisela verheiratet? fragte ich ihn. Nach dem Kirchenrecht setzte Eider leicht stammelnd an, dann unterbrach er sich und ließ seine Augen zur Klinge Wespenstachels wandern. Sie ist nicht verheiratet, Herr, beeilte er sich dann weiter zu sprechen, bis die Ehe vollzogen ist. Bist du verheiratet?, fragte ich Gisela. Natürlich nicht, sagte sie ich bückte mich und wischte wespenstachel an berths gewand ab ein priester der tapferer als die anderen war kniete sich neben den mönch um für ihn zu beten doch die anderen kirchenleute gafften mich an wie die schafe den bösen wolf ich steckte wespenstachel in die scheide ließ mir von gisela schlangenhauch wiedergeben und zusammen drehten wir uns zu ihrem bruder um er starrte auf Jenbirths leiche und auf das Blut, das über den Boden und das Gewand seiner Schwester gespritzt war. Und er muss gedacht haben, dass ich mit ihm das Gleiche vorhatte, denn seine Hand wanderte zu seinem Schwert. Aber ich deutete mit Schlangenhauch auf Ragnar. Das ist Graf Ragnar, sagte ich zu Gathred, und er ist hier, um für euch zu kämpfen. Ihr verdient seine Unterstützung nicht. Wenn ich zu entscheiden hätte, müsstet ihr wieder in Sklavenketten gehen und den Scheißekübel König Eokets ausleeren. »Er ist von Gott gesalbt, fuhr Pater Rothwirt wütend dazwischen. Ihr müsst Ehrerbietung zeigen. Ich hob Wespenstachel wieder. Euch mochte ich auch noch nie, sagte ich. beorka zog mich entsetzt zur Seite und verbeugte sich vor Guthret. beorka war bleich, und das war auch kein Wunder, denn er hatte gerade gesehen, wie ein Mönch ermordet wurde. Aber nicht einmal das konnte ihn von seinem glorreichen Amt abhalten, das er als Gesandter Alfreds ausübte. Ich überbringe euch Grüße, sagte er. Von Alfred von Wessex, der später Pater, sagte ich. Ich überbringe euch christliche Grüße von. Der arme Bjorka. Tagelang hatte er an den Worten gefeilt, und nun überbrachte er Alfreds formelle Grüße. Und ich bezweifle, dass Guthred auch nur ein Wort davon aufnahm. Denn er sah immerzu nur Gisela und mich an. Während Rothweird nicht aufhörte, ihm Gift ins Ohr zu träufeln. Doch Beocca leierte unbeeindruckt sein Sprüchlein herunter, pries Guthred und Königin Osper, verkündete, dass sie die Flamme Gottes in den Norden trügen, und auf diese Art langweilte er jeden, der ihm überhaupt zuhörte. Einige von Guthrits Kriegern ahmten seine Sprechweise nach, zogen Grimassen oder schielten, bis Steapa, der genug von diesen Grausamkeiten hatte, neben Beocca trat und die Hand auf den Griff seines Schwertes legte. Steapa besaß ein freundliches Wesen, doch er sah aus, als sei er von unerbittlicher Grausamkeit. Zunächst einmal war er hühnenhaft groß und dazu schien seine Haut zu straff über seinen Schädel gezogen worden zu sein, so dass seine Miene lediglich reinen Hass und wölfische Gier auszudrücken vermochte. Er ließ seinen stechenden Blick durch den Raum wandern und warnte damit alle davor, Beocca herabzuwürdigen. Diese Einschüchterung sorgte schnell für Ruhe. Beocca glaubte natürlich, er habe mit seiner Sprachgewandtheit für Aufmerksamkeit und Stille gesorgt. Er beendete seine Rede mit einer tiefen Verbeugung vor Guthret und überreichte ihm dann die Geschenke Orfreds. Als erstes kam ein Buch. Von dem Alfred behauptete, er habe es vom Lateinischen ins Englische übertragen. Es war voller christlicher Predigten, sagte Beocca, und er verneigte sich erneut, als er den schweren Band mit dem Juwelen geschmückten Einband übergab. Guthrid drehte und wendete das Buch, fand endlich heraus, wie die Deckelschließe zu öffnen war, betrachtete dann eine Seite falsch herum und erklärte, dies sei das wertvollste Geschenk, das er jemals erhalten habe. Dasselbe sagte er von dem zweiten Geschenk, einem Schwert. Das letzte Geschenk war zweifellos das kostbarste, denn es war ein Reliquiar aus feinstem Gold, das mit glänzenden Granatsteinen besetzt war. Darinnen lagen einige Barthaare des heiligen Augustinus von Conwarburg. Sogar Abt Erdred, der Wächter des heiligsten Leichnams von ganz Nordumrien, zeigte sich beeindruckt und beugte sich vor, um das schimmernde Gold zu berühren. Der König möchte euch mit diesen Geschenken eine Botschaft übermitteln sagte Beocca. »Ich wäre hoch erfreut, diese Botschaft zu hören,« sagte Garthred höflich. »Das Buch verweist auf das Wissen,« sagte Beocca, »denn ohne das Wissen ist ein Königreich nichts weiter als eine Hülle für Barbarei. Das Schwert ist das Mittel, mit dem wir das Wissen verteidigen und Gottes irdisches Reich beschützen.« und die Haare aus dem Bart des heiligen Augustinus, Herr König, erinnern uns daran, dass wir ohne Gott nichts, und ohne die heilige Kirche nichts als Spreu im Wind sind. Alfred von Wessex wünscht Euch ein langes Leben voller Wissen, eine gottgefällige Herrschaft und ein sicheres Königreich. Er verbeugte sich. Gathred dankte ihm wortreich, doch er endete mit einer Klage. »Würde Orfred von Wessex, Nordumbrien, Hilfe schicken?« »Hilfe?« fragte Beocca, der nicht wusste, wie er antworten sollte. »Ich brauche Kämpfer«, sagte Guthred, wenn es auch sein Geheimnis blieb, wie er lange genug durchhalten wollte, bis Truppen aus Westsachsen bei ihm eingetroffen wären. »Er hat mich geschickt«, beantwortete ich seine Frage. »Mörder«, spuckte Rothweard. Ohne Graf Ragnar erklärte ich Rothwirt verächtlich, wird Kjartan euch in Stücke reißen. Und Graf Ragnar, ich ließ meinen Blick wieder zu Guthred wandern, ist mein Freund, nicht eurer. Guthred nahm seine Frau an der Hand und bot schließlich den Mut auf, mir in die Augen zu sehen. Was würdet ihr tun, Herr Utrecht?« Meine Gegner? Und davon gab es reichlich in dieser Kirche hatten gehört, dass er mich Herr Utret genannt hatte, und ein entrüstetes Murmeln lief durch die Reihen. Ich trat vor. Das ist einfach, Herr, sagte ich, und obwohl ich eben noch nicht gewusst hatte, was ich sagen würde, fiel es mir mit einem Mal ein. Vielleicht trieben die drei Spinnerinnen einen Scherz mit mir, oder aber sie hatten mir ein Schicksal gegeben, das so golden war wie das Guthrets. Denn mit einem Mal schien alles ganz einfach. Einfach? fragte Guthrieb. Ivar ist nach eher gezogen, Herr, sagte ich. Und Kjartan hat Leute losgeschickt, die verhindern sollen, dass ihr Bebernburg erreicht. Sie wollen euch zum Flüchtling machen. Sie werden eure Festung einnehmen, euren Pallas besetzen, eure sächsischen Unterstützer niederwerfen. Und wenn ihr euch nirgends mehr verstecken könnt, dann werden sie euch gefangen nehmen und euch töten. Also? fragte Guthrie mit klagender Stimme. »Was sollen wir tun?« »Wir ziehen uns natürlich zurück. Auf eine Festung. An einen sicheren Ort.« »Wo?« »Dunholm. Wo sonst?« Er starrte mich nur an. Sogar die Kirchenleute, die noch vor einem Moment meinen Tod gefordert hatten, waren verstummt. Und ich dachte an Alfred. Und wie er in diesem grässlichen Winter, in dem ganz Wessex dem Untergang geweiht schien, nicht das Überleben im Sinn gehabt hatte, sondern nur den Sieg. Wenn wir in der Dämmerung aufbrechen, sagte ich, und schnell sind, können wir Dunholm in zwei Tagen einnehmen. Das könnt ihr? fragte Guthrieb. Nein, Herr, sagte ich, wir können es. Wie es uns jedoch gelingen sollte, davon hatte ich nicht die geringste Vorstellung. Wir können es", sagte Ragnar, der neben mich getreten war. "Dann tun wir es", sagte Guthred. Und so wurde es entschieden. Den Priestern gefiel es nicht, dass ich unbestraft bleiben sollte, und noch weniger gefiel es ihnen, dass Guthred ihre Einwände beiseite wischte und mich stattdessen bat, mit ihm in das kleine Haus zu kommen, in dem er übernachtete. Auch Gisela kam mit, setzte sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt auf den Boden und betrachtete uns beide guthred wand sich vor verlegenheit es tut mir leid sagte er unsicher ihr seid ein hurensohn sagte ich ihr seid ein stück wieseldreck sagte ich ein irsling ich bin ein könig sagte er in einem versuch seine würde wiederzugewinnen dann seid ihr eben ein königliches Stück Wieseldreck, ein Irrsling auf dem Thron. Ich fing er wieder an, und erneut fiel ihm nichts weiter ein. Also setzte er sich auf den einzigen Stuhl im Raum und zuckte einfach nur die Schultern. Aber Ihr habt das Richtige getan, sagte ich. Habe ich das? Seine Miene erhellte sich. Nur ist euer Plan nicht gelungen, oder? Ihr hattet vor, mich zu opfern, um Elfricks Streitmacht auf eure Seite zu bekommen. Ihr hattet vor, Kjartan wie eine Laus zu zerquetschen. Aber er ist immer noch da. Und Elfrick nennt sich inzwischen Herr von Bernicia. Und ihr habt es bald mit einem Aufstand der Dänen zu tun. Und dafür wurde ich zwei Jahre lang als Rudersklave geknechtet. Ich habe euch schon vor langem gesagt, dass ihr Ivar töten sollt. Das hätte ich auch besser getan, gab er zu. Und dann habt ihr euch auch noch von diesem langhaarigen Narren Rothwirt einreden lassen, den Dänen eine Abgabe aufzuzwingen. Das war für den Schrein, sagte er. Rothwirt hatte einen Traum. Der heilige Cuthbert hat zu ihm gesprochen und ihm gesagt, dass wir mit dieser Abgabe den Schrein bezahlen sollen. »Ihr scheint zu vergessen, dass ihr dieses Land regiert, nicht der heilige Cuthbert.« Er zog ein jämmerliches Gesicht. »Der Christenzauber hat für mich immer sehr gut gewirkt,« sagte er. »Hat er nicht,« sagte ich höhnisch. Tjartan lebt noch, Ivar lebt noch, und die Dänen planen den Aufstand gegen euch. Vergesst euren Christenzauber. Jetzt habt ihr mich, und ihr habt Graf Ragnar. Er ist der beste Mann in eurem Königreich. Behandelt ihn gut.« und euch, sagte er, euch werde ich auch gut behandeln, ich verspreche es. Ich auch, sagte Gisela. Ihr werdet nämlich mein Schwager, erklärte ich Gaffred. Er nickte dazu und lächelte mich dann kläglich an. Sie hat immer gesagt, dass ihr zurückkommt. Und ihr habt geglaubt, ich sei tot? Ich hatte gehofft, dass ihr es nicht wärt, sagte er. Dann stand er auf und lächelte. Könnt ihr mir glauben, fragte er, wenn ich euch sage, dass ich euch vermisst habe? Ja, Herr, sagte ich, weil ich euch auch vermisst habe. Das habt ihr? fragte er hoffnungsvoll. Ja, Herr, sagte ich, das habe ich. Und seltsam genug, das stimmte auch ich hatte geglaubt ihn zu hassen wenn wir uns erst wiedersehen doch ich hatte sein freundliches wesen vergessen ich mochte ihn immer noch wir umarmten uns gathred nahm seinen helm und ging zur tür die aus einem tuch bestand das an nägeln hing ich werde euch heute nacht mein haus überlassen sagte er lächelnd euch beiden und das tat er Gisela. Nun, wo ich alt bin, sehe ich manchmal ein Mädchen, das mich an Gisela erinnert. Und dann wird mir die Kehle eng. Ich sehe ein Mädchen mit weit ausholenden Schritten. Sehe das schwarze Haar, die schlanke Mitte, die Anmut ihrer Bewegungen und das trotzige Zurückwerfen ihres Kopfes. Und wenn ich solch ein Mädchen sehe, dann ist mir, als sähe ich Gisela wieder. Und oft, denn ich bin im Alter ein gefühlsseliger Narr geworden, steigen mir auch noch Tränen in die Augen. Wirst du Kjartan umbringen? Ja. Und wie? Ich weiß nicht. Vielleicht bringt ihn aber auch Ragnar um. Ragnar hat mehr Grund dazu als ich. Mein Bruder brauchte Unterstützung und ich war alles, was er anzubieten hatte. Als Kjartan sagte, er wolle mich mit seinem Sohn verheiraten, bin ich ins Kloster gegangen. Guthred hätte dich nie mit Sven verheiratet. Kjartan hat erklärt, er würde mich einfangen und mir von seinen Männern Gewalt antun lassen. Er hat gesagt, er würde mich festbinden, damit mich seine Männer benutzen können und wenn sie damit fertig wären, würde er mich seinen Hunden überlassen. Ich ließ meine Hand ihr langes Rückgrat hinabgleiten, so daß sie auf mir erschauerte. Meine Söhne werden Krieger. Und meine Tochter wird die Mutter von Kriegern, sagte sie. Ich lächelte. Wir lagen unter drei Umhängen, und ihr Haar war feucht weil es durch das Strohdach tropfte. Der Bodenspreu unter mir war verrottet und nass. Aber wir waren glücklich. Unter heftigem Dauerregen, der auf die steinernen Überbleibsel der Römerstraße niederpeitschte und die Felder in Schlammfühle verwandelte, überquerten wir den Swale, um nach Norden zu einer uneinnehmbaren Festung zu reiten. »Wir ritten zur Eroberung Dunholms.« Bevor wir losreiten konnten, hatte Rothweard einen weiteren schwergewichtigen Einwand vorgebracht. »Was ist,« wollte Rothweard von Guthred wissen, »mit unserem gesegneten Heiligen. Wenn ihr wegreitet, wer wird dann Cuthbert beschützen?« Für Rothweard gab es nur seine Heiligen und seine Kirche. Und er hielt jeden, der nicht an Christus glaubte, für einen Feind seiner Kirche. Guthred betrachtete das Christentum immer noch als eine Art überlegener Zauberkunst. Und er glaubte, in Rothbeard einen Mann gefunden zu haben, der diesen Zauber beherrschte. Wie ein Zauberer sah Rothbeard allerdings zweifellos aus, mit seiner verfilzten Mähne, seinem spitzen Bart und seinen flink umherhuschenden Augen. Guthried dagegen besaß keine Leidenschaft. Er war vernünftig, zumeist sehr liebenswürdig, weil er die Menschen um sich herum glücklich sehen wollte. Und er ließ sich von Rothwirt nötigen. Noch dazu setzte Rothwirt das Missfallen des heiligen Cuthbert ein, um Guthred zu drohen. Und mit genau dieser Waffe versuchte er auch, unseren Aufbruch nach Dunholm zu verhindern. Wir hatten nur eine einzige Möglichkeit, die Festung einzunehmen. Und zwar, indem wir überraschend kamen. Das hieß, dass wir schnell sein mussten und daher auch, dass wir Cuthberts Leichnam und Oswalds Kopf und das wertvolle Evangeliar mitsamt allen Priestern, Mönchen und Frauen in Cathrid zurücklassen mussten. Wenn unser Heiliger den Heiden in die Hände fällt, schrie Ruthweed Guthrid an, dann wird er entweiht werden. Da hat er natürlich recht. Der heilige Cuthbert würde seines Brustkreuzes und seines edlen Ringes beraubt, und anschließend an die Schweine verfüttert werden, während von dem wertvollen Evangeliar aus Lindesferina die juwelenbesetzten Deckel abgerissen und die Seiten zum Feuermachen oder zum Abwischen dänischer Hintern benutzt werden würden. »Eure erste Pflicht ist es, den Heiligen zu beschützen.« »Unsere erste Pflicht ist es, den König in seinem Amt zu bewahren.« Die Priester, das versteht sich von selbst, unterstützten Rothbeard. Und kaum hatte ich mich geäußert, da wandte er seine Leidenschaft gegen mich. Ich war ein Mörder, ein Heide, ein Ketzer, ein Sünder, ein Verführer. Und alles, was Guthret tun musste, um seinen Thron zu bewahren, war, mich der Gerechtigkeit auszuliefern. Es war Ragnar, der dem Unsinn ein Ende bereitete. Versteckt den Heiligen, schlug er vor. Verstecken? fragte Abt Erdred. Wo? fragte Rothweard höhnisch. Es gibt doch einen Friedhof hier, sagte Ragnar. Beerdigt ihn. Wer würde jemals auf dem Friedhof nach einem Leichnam suchen? Die Geistlichen starrten ihn nur an, und Abt Erdred öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch der Vorschlag war so einleuchtend, dass er nichts sagte. Begrabt ihn, fuhr Ragnar fort, dann geht nach Westen in die Hügel und wartet, bis wir zurück sind. Rothweird versuchte, die Ausführung des Plans zu verhindern. Aber Guthred unterstützte Ragnar. Und am Morgen ritten wir los. Wir hatten weniger als 200 Männer und etwa 20 Frauen, die darauf bestanden hatten, uns zu begleiten. Gisela war eine von ihnen. Auch Pater Bejoker war bei uns. Als Gesandter verkündete er großspurig: "Ist mein Platz an Guthreds Seite." Er ließ sich von uns die Beine an den Sattelgurt binden, so dass er nicht vom Pferd fallen konnte, und ertrug auch die schnellste Gangart. Wie muß er sich gequält haben, doch er beschwerte sich nicht. Mochte er auch ein schielender Krüppel und ein spitzfindiger Gelehrter sein. Beokka besaß das Herz eines Kriegers. Wir verließen Ketret in der Dämmerung eines trübseligen regnerischen Morgens im Spätherbst. Kjartans Reiter, die uns entkommen waren und Ketrit wieder vom Nordufer des Flusses aus beobachteten, folgten uns in geringer Entfernung. Sie waren noch 18 Leute. Und um sie zu täuschen, blieben wir nicht auf der Römerstraße, die geradewegs durch flacheres Land nach Dannholm führte, sondern wandten uns nach einigen Meilen Richtung Westen und nahmen einen Pfad in die sanft geschwungenen Hügel. Ich glaubte bestimmt, dass unsere Verfolger ihre Botschafter über die Römerstraße zu Kjartan geschickt hatten, um ihm zu berichten, dass wir westwärts ritten, um einen Bogen um Dannholm zu schlagen. Kjartan musste glauben, dass Gathred einen verzweifelten Versuch unternahm, Bebenburg zu erreichen. Und wenn unsere Täuschung gelang, so hoffte ich, würde Kjartan weitere Männer aus der Festung schicken, um in den westlichen Hügeln die Übergänge über den Wir zu blockieren. Wir verbrachten die Nacht in diesen Hügeln, einen gewissen Schutz bot uns ein Wäldchen an einem Südhang, auf dem auch eine Schäferhütte stand, in der die Frauen schlafen konnten. Wir anderen legten uns dicht an die Lagerfeuer. Der Regen verzischte im Feuer, als Ragnar, Guthred und ich mit Citrick sprachen und ihm jede Erinnerung an den Ort entlockten, in dem er aufgewachsen war. Ich erfuhr dabei nichts Neues. Was wir tun müssen, sagte ich, ist, Dunholm bis zum Abend zu erreichen. »Kurz bevor es dunkel wird, müssen wir da sein. Und in der Morgendämmerung greifen wir an.« »Wenn wir vor dem Dunkelwerden hinkommen,« gab Ragnar zu bedenken, »dann sehen sie uns und können sich auf unseren Angriff vorbereiten. Ich will, dass sie sich auf unseren Angriff vorbereiten. Wenn sie Männer auf der Nordseite sehen, werden sie ihren Festungswall besetzen. Aber dort werden wir nicht angreifen.« Ich sah Steapa über das Feuer hinweg an. Morgen Nacht, sagte ich. Vertraust du mir da genug, dass ich dich durch die Dunkelheit führen kann? Ich vertraue dir. Dich und zehn weitere Männer, sagte ich. Nur ein Dutzend Männer? Fragte Ragnar. Ein Dutzend Shadowgängern«, sagte ich. Denn es würden die Schattenwandler sein, die Dunholm einnahmen. Wenn Kjartan flussaufwärts die Übergänge über den Wir bewachen wollte. Mussten seine Männer da sein, bevor wir an den Ria kamen. Damit es noch mehr danach aussah, als wollten wir tief in die Hügel ziehen, wandten wir uns am nächsten Morgen nordwestlich. Als Ragnar und ich auf einem windgepeitschten Hügelkamm Rast machten, sahen wir, wie sich sechs von Kjartans Spähern aus der Verfolgergruppe lösten und Richtung Osten galoppierten. Sie sind unterwegs, um ihm zu berichten, wohin wir ziehen, sagte Ragnar. Also ist es an der Zeit, woanders hinzureiten meinte ich bald sagte ragnar aber noch nicht gleich dann setzten wir unseren weg noch eine stunde in nordwestlicher richtung fort wir beeilten uns nicht und folgten einem schafspfad in ein tal in dem ein dichtes wäldchen stand von dort aus zogen guthred und die meisten anderen reiter weiter nach westen während etwa zwanzig von uns unter den bäumen warteten Kjartans Späher, die sahen, wie Gathred und die anderen weiter ins Moor ritten, folgten ihnen, ohne sich weitere Gedanken zu machen. Sie ritten ohne jede Besorgnis in das Wäldchen. Sie starben schnell. Nun war Kjartan blind. Wir wandten uns nun nach Osten und zogen schneller weiter. Am frühen Nachmittag waren wir in der Nähe Dunholms, wohl kaum mehr als fünf oder sechs Meilen entfernt. Nun führte uns Citric denn er glaubte sich an eine Stelle zu erinnern, an der wir den Wir überqueren konnten. Wir waren nun sehr dicht an Dunholm, das im Norden vor uns lag, doch immer noch im Schutz eines bewaldeten Hügelausläufers, an dessen Fuß einige Hütten dicht beieinander standen. Hockale, erklärte mir Citrick mit einem Nicken in Richtung der Siedlung, dort ist meine Mutter geboren worden. Sind deine Großeltern immer noch dort? Kjatan hat sie umbringen lassen, Herr als er meine Mutter von seinen Hunden zerreißen ließ. Wie viele Hunde hatte er? Als ich dort war, hatte er 40 oder fünfzig. Riesige Ungeheuer. Sie gehorchten nur Kjartan und seinen Jägern. Und der Herren, Tira. Sie haben ihr gehorcht? fragte ich nach. Mein Vater wollte Tira einmal bestrafen, sagte Cedric, und hat die Hunde auf sie gehetzt. Aber da hat sie angefangen, für sie zu singen. Und sie haben sich einfach hingelegt. Mein Vater war wütend. Ragnar runzelte die Stirn, als ob er nicht glauben könne, was er da gehört hatte. Citric zuckte nur mit den Schultern. Wenn sie uns sehen, werden sie sich aber nicht einfach hinlegen, sagte ich. Jartan wird sie auf uns hetzen, sobald er uns entdeckt hat. Das wird er, Herr, sagte Citric, und seine Unruhe war unübersehbar. Also müssen wir einfach für sie singen, erklärte ich heiter. Wir folgten einem durchweichten Pfad neben einem überschwemmten Graben bis zum Wir, der wild schäumend dahinschoss. Die Furt war offensichtlich nicht mehr zu durchqueren. Der Regen wurde dichter, er trommelte auf den Fluss, der zischend über seine steilen Uferböschungen leckte. Unsere Reiter trabten an dem schlammigen Ufer auf und ab. Doch dann gab's Deapa, der auf einem riesigen schwarzen Hengst saß, ein Knurren von sich und ritt einfach den Pfad hinunter ins Wasser. Sein Pferd sträubte sich vor der reißenden Strömung des Flusses, doch er trieb es weiter, bis das Wasser um seine Steigbügel strudelte, und dann blieb er stehen und gab mir ein Zeichen, dass ich ihm folgen sollte. Er hatte vor, mit den größten Pferden die starke Strömung zu brechen. Ich lenkte mein Pferd nebens der dann kamen weitere Reiter, wir stellten uns dicht an dicht und bauten so eine Mauer aus Pferdefleisch auf, die sich über den Wieher hinzog. Und als wir schließlich mit hundert Reitern im Fluss standen, die sich mühten, ihre Pferde ruhig zu halten, führte Ragnar die anderen eilig durch das ruhigere Wasser, das hinter unserer notdürftigen Mauer lag. Nachdem die kleineren Pferde die Furt überquert hatten, lösten wir nach und nach unseren Damm auf und bewegten uns vorsichtig durch die reißenden Wasser in Sicherheit. Mittlerweile begann es dunkel zu werden. Es war ein düsterer, nasser, elender Tag. Und nun mussten wir unter tropfenden Bäumen den Steilhang hinauf. An einer Stelle war das Gefälle so stark, dass wir absteigen und die Pferde am Zügel führen mussten. Als wir die Kuppe erreicht hatten, zogen wir nordwärts weiter. Und wenn es eine Lücke zwischen den niedrigen Wolken gab, konnte ich vor mir Dannholm sehen. Die Festung wirkte wie ein dunkler Fleck auf ihrem hohen Felsen. Wir ließen uns immer noch von Citric führen. An der Ostflanke des Hügels machten wir uns an den Abstieg, so dass wir von der Festung aus nicht mehr gesehen werden konnten. Während der ganzen Zeit kamen wir an jämmerlichen Hütten vorbei, aus deren niedrigen Eingängen uns ängstliche Leute anstarrten. Das waren Kjartans eigene Sklaven, erklärte mir Citric. Sie mussten Schweine züchten, Feuerholz machen und das Getreide für Dannholm anbauen. Und so kamen wir an die Engstelle mit der leichten Senkung des Bergkamms, wo der Weg eine Biegung nach Süden macht, bevor er zu dem mächtigen Torhaus emporsteigt. Dort hielten wir an. Und mit unseren Pferden, die sich auf der Anhöhe verteilten, mussten wir für die Männer auf dem Festungswall aussehen wie ein Heer der Finsternis. Wir waren alle schlammverkrustet, unsere Pferde waren schmutzig, doch Kjartans Leute konnten unsere Speere und Schilde und Schwerter und Äxte sehen. Inzwischen mussten sie wissen, dass sie den Feind vor sich und wir ihren einzigen Weg nach Dannholm abgeschnitten hatten. Und vermutlich lachten sie uns nur aus. Wir waren so wenige, und ihre Festung lag so hoch, und ihr Wall war so mächtig, und der Regen peitschte ohne Unterlass auf uns herab, und eine feuchte Dunkelheit kroch die Täler zu unseren beiden Seiten hinauf, und dann knisterte auch noch ein scharfer Blitzstrahl unheilvoll über den nördlichen Himmel. Wir machten die Pferde auf einer sumpfigen Wiese fest. Dann entzündeten wir etwa zwanzig Feuer an der windabgewandten Seite einer Schwarzdornhecke, zischen kochten Wasserblasen aus den Scheiten, doch das Feuer schenkte uns dennoch ein wenig Wärme. Als es Nacht wurde, betrachtete ich den Weg, den ich in der Dunkelheit würde nehmen müssen, und ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Ich würde zum Fluss hinuntersteigen müssen, dann südwärts am Ufer entlang, doch gerade unterhalb des Festungswalls, dort, wo der Fluss hinter dem Felsmassiv verschwand, auf dem Dannholm lag, versperrte ein riesiger Steinblock den Weg. Ich würde über seine weitgestreckte, flache Kuppe klettern müssen, die keinen Speerwurf von Kjartans Festungswall entfernt war. Ich würde zu jedem Gott beten. Und vielleicht würde der Wahnsinn meines Vorhabens mehr als alles andere zu seinem Gelingen beitragen. In ganz Nordumbrien herrschte der Wahnsinn, seit ich zum ersten Mal zurückgekehrt war. Und nun hatte er zu diesem verzweifelten Plan geführt. Ich wählte Steapa aus, weil er drei oder vier Kämpfer aufwog, und Citric, weil er sich auskennen würde, wenn wir es bis nach Dunholm hinein schafften. Finnen wählte ich, weil der Ire einen Zorn in seiner Seele nährte. Ich wählte Klapper, weil er stark und furchtlos, und Rypier, weil er schlau und flink war. Die anderen sechs gehörten zu Ragnars Männern. Alle waren kräftig, jung und gute Kämpfer. Ich erklärte ihnen, was wir tun würden und versicherte mich dann, dass jeder von ihnen einen schwarzen Umhang hatte, der ihnen von Kopf bis Fuß einhüllte. Dann rieben wir uns Gesicht, Hände und die Helme mit einer Mischung aus Schlamm und Asche ein. Keine Schilde, bestimmte ich. Das war eine schwere Entscheidung gewesen, denn Schilde sorgen im Kampf für sehr viel Schutz. Doch wenn sie gegen Steine oder Bäume schlagen, dröhnen sie wie eine Trommel. Ich gehe als erster, sagte ich, und wir bewegen uns langsam. Wir haben die ganze Nacht Zeit. Wir banden uns mit den Lederzügeln unserer Pferde aneinander. Ich wusste, wie leicht man sich in der Dunkelheit aus den Augen verlieren konnte. Dennoch konnten wir uns von drei Dingen leiten lassen. Zunächst war da der Berghang selbst. Als zweites war da das Rauschen und Zischen des Flusses, der um Dannholm strömte. Und schließlich noch die Feuer in Dannholm selbst. Kjartan fürchtete einen Angriff bei Nacht und ließ seine Männer deshalb brennende Holzscheite vom Festungswall bei dem großen Tor schleudern. Diese Holzscheite erhellten den Weg, doch um immer genügend von ihnen zu haben, musste Kjartan jenseits des Festungswalls ein großes Feuer unterhalten, das die Umrisse der Wallkrone von hinten beleuchtete. Der Berghang war jenseits all der schwarzen Schatten und führte uns mit seinem Glimmen durch die feuchte Dunkelheit. Ich hatte mich mit Schlangenhauch und Wespenstachel gegürtet, und wie die anderen trug ich einen Speer, dessen Spitze in ein Stück Tuch gewickelt war, so dass uns kein metallisches Aufblitzen verraten konnte. Das erste Stück fiel uns leicht, denn unsere eigenen Feuer beleuchteten hier noch den Hang. Wir ließen die Festung in unserem Rücken, so dass niemand auf dem Wall sehen konnte, wie wir unser Lager verließen. Dann arbeiteten wir uns vom Fluss hinunter, wo wir uns nach Süden wandten. Unser Weg führte nun über den Fuß des Bergabhangs. Dort waren Bäume gefällt worden, und ich musste jeden Schritt zuvor ertasten. Dickicht wucherte überall, und darin lagen die Reste der gefällten Bäume. Kleinere Äste waren zum Verrotten liegen gelassen worden, und wir verursachten viel Lärm, als wir darauf traten, doch immer noch waren die Geräusche des Regens lauter, und zu unserer Linken zischte und donnerte der Fluss. Mein Umhang verfing sich immerfort in Zweigen und Baumstümpfen, und ich riss seinen Saum auf, als ich ihn loszerrte. In Abständen fuhren riesige Blitze auf die Erde herab, und jedes Mal erstarrten wir. Und ich sah in dem blendenden blauweißen Licht die Umrisse der Festung hoch über mir. Ich erkannte sogar die Speere der Wächter, die sich wie Dornenfunken gegen den Himmel abhoben. Und ich dachte daran, dass diese Wächter froren, durchnässt waren und vermutlich auf diese elende Nacht fluchten. Einen Herzschlag später hallte der Donner ganz nah über uns, als ob Thor seinen Kriegshammer gegen einen ungeheuren Eisenschild schlüge. Die Götter sahen uns zu. Das wusste ich. Das tun die Götter in ihrem Himmelspalast. Sie sehen uns zu und belohnen uns für unseren Wagemut oder bestrafen uns für unsere Anmaßung. Und ich griff nach Thors Hammer, um ihn um Hilfe zu bitten, und Thor ließ unter seinem Donner den Himmel erzittern, und darin sah ich ein Zeichen seiner Billigung. Der Hang wurde steiler, während wir uns langsam südwärts weiter bewegten. Die Baumstümpfe wurden spärlicher, doch nun ragten Felsblöcke aus dem Hang, und die nassen Steine waren glatt, so glatt, dass wir manchmal auf allen Vieren weiterkriechen mussten. Es wurde nun auch dunkler, denn der Hang wölbte sich über uns und verdeckte den Widerschein des großen Feuers hinter dem Festungswall, so dass wir uns nun, schlitternd, kletternd und fluchend, in eine grauenerregende Schwärze hineinbewegen mussten. Dann stieß mein Tastspeer an Stein, und mir wurde klar, dass wir den riesigen Felsblock erreicht hatten, der im Dunkeln wie eine ungeheure Klippe aufragte. Wir bewegten uns Schritt für Schritt nach oben, klammerten uns an Baumschößlingen fest und traten Vertiefungen in die regendurchtränkte Erde und jeder Fußbreit brachte uns näher an den Festungswall. Bis wir eine Stelle erreicht hatten, an der wieder der glimmende Widerschein des Feuers hinter der Palisade die Flanke des Felsblocks beleuchtete, die uns zur Kuppe führte. Diese Kuppe bestand aus einer Fläche nackten Steins, die wie ein flaches Dach geformt und etwa 15 Schritte breit war. Das westliche Ende stieg gegen die Festung hin an, während die östliche Seite in einem glatten Abbruch zum Fluss hin endete. Und all das sah ich im flackernden Licht ferner Blitze, die im Norden über den Himmel zuckten. Wir würden die Felsenkuppe in der Mitte überqueren müssen. Sie lag nicht mehr als zwanzig Schritte von Kjartans Festungswall entfernt, und dort stand ein Wächter, dessen Speerspitze unter den Blitzen aufschien wie ein weißer Feuerfunke, wir kauerten uns neben dem Felsen zusammen. Immer nur einer, sagte ich, und wartet, bis ich an dem Seil ziehe. Ich ziehe dreimal. Das ist das Zeichen für den nächsten Mann hinüberzuklettern. Kriecht auf dem Bauch. Rypier geht als letzter und er bringt das Seil mit. Es schien mir so, als bräuchten wir die halbe Nacht, nur um diese kurze Strecke nackten Felsens zu überqueren. Wir alle froren und wir waren völlig durchnässt, doch das Schicksal war auf unserer Seite gewesen, und es hatte keinen Warnruf vom Festungswall gegeben. Halb rutschten, halb fielen wir den Abhang zum Ufer des Flusses hinunter. Die Böschung war hier viel steiler, doch Ahorn und Hainbuchen wuchsen dicht und erleichterten uns den Weg. Wir hielten uns weiter Richtung Süden. Der Wall lag zur Rechten hoch über uns, auch hier lagen Felsblöcke. Zwar hatte keiner die ungeheuren Ausmaße des Riesen, der uns zuvor den Weg versperrt hatte, doch jeder war schwer genug zu bewältigen. Der nächste Blitz zerriss den Himmel, und der Donner rollte, als sei das Weltenende gekommen. Wir mussten den Brunnen finden, und das stellte sich als sehr schwierig heraus. Zunächst knüpften wir die Zügel wieder zu einem Seil zusammen, und Finnen hielt das eine Ende, während ich den Hügel hinaufkroch. Ich tastete mich zwischen den Bäumen hindurch, rutschte im Schlamm aus und verwechselte immer wieder Baumstämme mit dem Palisadenwall des Brunnens. Das Seil verfing sich in abgebrochenen Zweigen und zweimal musste ich umkehren, mich jeden Schritt wieder zurücktasten und erneut mit der Suche beginnen. Ich wollte schon verzweifeln, als ich erneut stolperte und meine linke Hand dabei einen flechten überwachsenen Holzstamm hinunterglitt. Und ich entdeckte, dass es kein abgebrochener Ast war, sondern dass ich die Palisade gefunden hatte, die den Brunnen umgab. Ich zerrte an dem Seil, und die anderen kletterten mir nach. Der Donner wanderte weiter nach Norden, und der Regen mäßigte sich zu einem stetigen, dichten Fall. Zitternd hockten wir zusammen und warteten auf das erste graue, Schimmern der Dämmerung. Überall auf der ganzen Welt wird in der Morgendämmerung das Wasser geholt. Auf diese Art begrüßen wir den Tag. Und in vielen Stunden, die ich mit schmerzenden Muskeln an Sveris Ruder lag, hatte ich an Citrix Bericht davon gedacht, dass Dunholms Brunnen außerhalb des Festungswalls lagen, was bedeutete, dass Kjartan jeden Morgen ein Tor öffnen musste. Und wenn er ein Tor öffnete, dann konnten wir in die uneinnehmbare Festung eindringen. Das war mein Plan. Und wenn er scheiterte, wären wir alle tot. Ich spähte um die Palisade herum. Von hier aus konnte ich gerade noch den Widerschein des Feuers über dem Festungswall sehen, und ich schätzte, dass der Brunnen zwanzig Schritte von der Festung entfernt lag. Zwanzig Schritte steilen Anstieg. Sind dort Wachen am Tor? fragte ich. Als ich dort war, Herr, ja, standen dort nur zwei oder drei Männer Wache. Die Morgendämmerung schien niemals kommen zu wollen, und wenn sie käme, dann wären wir bestimmt so durchfroren und unsere Glieder so steif durch die Feuchtigkeit, dass wir uns nicht würden bewegen können. Dann endlich zeigte sich über den Gipfeln auf der anderen Seite des Flusses ein grauer Streif in der Dunkelheit. Er vergrößerte sich wie ein nasser Fleck. Unter mir erkannte ich weiße Gischt, wo der Fluss über Felsen rauschte. Im Halbdunkel waren nun auch die Bäume unter uns erkennbar. Ein Dachs schlich in zehn Schritten Entfernung an uns vorbei, und mit einem Mal war es Tag, wenn es auch ein trüber Tag mit silbrigen Regenfäden war. Ragnar baute jetzt wohl seinen Schildwall auf und ließ Männer auf dem Pfad Stellung beziehen, um die Aufmerksamkeit der Festungsmannschaft auf sich zu lenken. Wenn wir gehen, zischte ich, dann müssen wir schnell sein. Hoch zum Tor und die Wachen töten. Und dann bleibt ihr nahe bei mir. Wenn wir es aber erst einmal in die Festung geschafft haben, bewegen wir uns langsam weiter. Wir gehen einfach durch die Festung. Wir tun so, als ob wir zu Kjartans Leuten gehören. Wenn es uns gelang, die Wachen schnell zu töten und uns niemand dabei beobachtete, dann konnten wir uns den Festungswall entlang bis zu dem großen Tor durchkämpfen und es Ragnars übrigen Männern öffnen das alles hatte nach einem guten einfall geklungen als ich es ragnar und guthred erklärt hatte doch in dieser klammen morgendämmerung wirkte es nur wie ein verzweifelter zum scheitern verurteilter plan dann war von der festung her eine stimme zu hören wenig später waren frauenstimmen zu unterscheiden und ein holzeimer schlug dumpf gegen einen balken die stimmen kamen näher eine der Frauen jammerte, aber die Worte waren nicht zu verstehen. Dann antwortete eine andere Frau, die schon viel besser zu hören war. Ich hörte ein Platschen, als der Kübel in den Brunnen fiel. Vor mir, gar nicht weit, war das Tor. Und es stand kein Wächter in dem geöffneten Durchlass. Immer noch erklang kein Warnruf vom Festungswall. Und schon war ich durch das Tor. Und ich entdeckte einen Mann zu meiner Rechten, und ich schwang Schlangenhauch herum, und mein Schwert fuhr in seine Kehle. Ein zweiter Torwächter sah mich von etwa zehn Schritt Entfernung beim Töten. Reines Erstaunen malte sich auf seinem Gesicht, und er rührte sich auch nicht, als Finnen auf ihn zukam. Dann wurden seine Augen noch größer. Er verstand, in welcher Gefahr er schwebte, drehte sich um und wollte flüchten, doch Finnens Speer brachte ihn zum Stolpern. Und dann stand der Ihre über ihm und stieß ihm sein Schwert ins Rückgrat. Ich zählte meine Männer und kam auf zehn. Dann trat Steapa durch das Tor und zog es hinter sich zu. Wir waren zwölf. So also drangen wir nach Dunholm ein. Wir befanden uns in einer düsteren Ecke der Festung, in der sich neben einem langen, niedrigen Gebäude zwei große Misthaufen erhoben. stelle erklärte mir Citric flüsternd. Ich spähte um die Ecke des Stalles und sah nichts als weitere Holzwände, große Stapel Feuerholz und vermooste Strohdächer. Ich wischte Schlangenhauch an dem fadenscheinigen Umhang des Mannes ab, den ich getötet hatte. Dann gab ich Klapper meinen Speer und nahm den Schild des toten Mannes. Steckt die Schwerter weg, sagte ich zu den anderen. Wir mussten aussehen wie Männer, die gerade aufgewacht waren und sich in Kälte und Nässe nun lustlos auf den Weg zu ihrer Pflicht machten. Citric führte uns an der Palisade entlang. Als wir die Stelle hinter uns gelassen hatten, sah ich drei langgestreckte Wohngebäude, die uns den Blick auf den nördlichen Teil des Festungswalls nahmen. Kjartans Palas«, flüsterte Citric und deutete auf das Gebäude zur Rechten. »Sprich natürlich«, sagte ich zu ihm. Er hatte auf das größte Langhaus gezeigt, das einzige, aus dessen Dachöffnung Rauch stieg. Einer der Giebel reichte bis knapp an den Festungswall, was uns zwingen würde, bis weit in die Mitte der Festung zu gehen, um den großen Palas zu umrunden. Inzwischen sahen wir mehr Leute und sie sahen uns, aber wir erschienen niemandem seltsam. Sie waren vom Regen durchnässt, froren und eilten zwischen den Gebäuden umher und ihre Aufmerksamkeit galt vielmehr dem Ziel, möglichst schnell ins Warme und Trockene zu kommen, als sich über ein Dutzend verdreckte Krieger Gedanken zu machen. Eine Esche wuchs vor Kjartans Palas, und unter ihren kahlen Ästen hockte ein einsamer Wächter, der hier sinnlos nach Schutz vor Wind und Regen gesucht hatte. Ich hörte jetzt auch Rufe. Sie waren leise, aber als wir uns der Lücke zwischen den Gebäuden näherten, sah ich Männer auf dem Festungswall stehen, sie blickten nordwärts, und einige von ihnen schwenkten herausfordernd ihre Speere. Also rückte Ragnar an. Wir waren nur noch wenige Schritte von der Esche vor Kjartans Palas entfernt. Der Wächter sah uns kurz an und wandte seinen Blick dann über Dannholms flache Hügelkuppe hinweg zum Torhaus. Dort drängten sich Männer auf dem Torwall, während weitere Kämpfer auf dem Umgang des Walls standen, der sich rechts und links an das Torhaus anschloss. Eine große Gruppe Berittener hielt sich hinter dem Tor bereit, zweifellos, um die Angreifer zu verfolgen, wenn sie von der Palisade zurückgeschlagen worden waren. Ich suchte die Verteidiger zu zählen, doch es waren zu viele. Ich sah mich weiter um. Und entdeckte zu meiner Rechten eine stabile Leiter, die westlich des Torhauses auf den Umgang des Festungswalls hinaufführte. Dorthin, dachte ich, sollte ich mit meinen Leuten gehen. Ich grinste. Die Freude am Kampf machte sich langsam in mir breit, und ich wußte, dass die Skalden eine große Tat rühmen würden. Aber vielleicht würden die Skalden auch eine große Klage anstimmen. Denn mit einem Mal ganz unvermittelt, Wendete sich alles zum Schlechten. Der Wächter hegte keinen Verdacht gegen uns, er gähnte sogar, als wir uns näherten, doch dann erschien ihm irgendetwas merkwürdig. Vielleicht war es der Appa, denn es gab in Dunholm bestimmt keinen zweiten Mann, der so groß war wie dieser Westsachse. Was es auch war, mit einem Mal wurde dem Mann klar, dass wir Fremde waren, und er trat sofort zurück und zog sein Schwert. Gerade wollte er zu einem Warnruf ansetzen, da traf ihn Steapas Pfeil in die rechte Schulter und warf ihn nach hinten, und sofort danach rammte ihm Ripier seinen Speer mit solcher Gewalt in den Bauch, dass der Mann festgenagelt an der kränklichen Esche stehen blieb, und als das Blut strömte, tauchten zwei Männer hinter dem kleineren Gebäude zu unserer Linken auf und begannen sofort zu rufen, dass Feinde in der Festung waren. Einer drehte sich um und rannte weg, der andere zog sein Schwert. Aber Finnen traf den Mann in das weiche Fleisch unter seinem Kiefer. Die Tür zu Kjartans Palast wurde geöffnet und drei Männer drängten sich hindurch und ich rief Steapa zu, er solle sie ins Haus zurücktreiben. Er benutzte seine Axt, tötete den ersten mit einem Aufwärtshieb von grausiger Wirkung, schob den ausgeweideten Mann in den Weg des zweiten, den er mit dem Kopf der Axt mitten ins Gesicht traf. Dann drückte Steapa die beiden Männer zur Seite, um den dritten zu verfolgen, der ins Innere des Gebäudes geflüchtet war. Ich schickte Klapper los, um Steapa zu helfen. Und hole ihn so schnell es geht dort heraus, sagte ich zu Klapper, denn die Reiter an dem großen Tor hatten mitbekommen, dass etwas vorging. Da wusste ich, dass wir verloren hatten. Alles hatte von der Überraschung abgehangen. Die Männer auf dem Umgang hatten sich zu uns herumgedreht, und einige waren von dem Wall herunterbefohlen worden und bildeten nun hinter dem Tor einen Schildwall. Die Reiter, es waren etwa dreißig, sprengten auf uns zu. Zurück! rief ich, zurück! Wir konnten nur noch hoffen, dass es uns gelang, irgendwie die Reiter abzuwehren und das Brunnentor zu erreichen. Daran würde sich ein hastiger Rückzug den Berg hinunter anschließen, die rachsüchtigen Verfolger dicht auf den Fersen. Bestenfalls eine schwache Hoffnung. Steapa. rief ich. Steapa. Klapper. Und die beiden tauchten aus dem Gebäude auf. Zusammenbleiben. brüllte ich. Die Reiter hatten uns schon fast erreicht, doch wir rannten zurück zu den Ställen, und die Berittenen zügelten ihre Pferde, und dann hörte ich den Lärm. Hundegebell. Kjartan hatte seine Hunde losgelassen, und ich starrte entsetzt hin, als die Meute um die Ecke des kleineren Pallas herum auf uns zuraste. Wie viele waren es? Fünfzig? Wenigstens fünfzig. Sie waren unmöglich zu zählen. Ein Jäger trieb sie mit kläffenden Rufen an, und sie sahen mehr nach Wölfen als nach Hunden aus. Sie hatten ein raues Fell, waren riesenhaft groß, und sie jaulten schreckenerregend. Wir konnten das Tor nicht mehr erreichen. Die Hunde würden uns einkreisen, uns zu Boden zerren, uns zerfleischen, und da ergriff mich das kalte, weibische Zittern verächtlicher Angst. Stirb gut, mahnte ich mich. Stirb gut. Aber wie konnte man zwischen den Reißzähnen von Hunden gut sterben? Außerdem rochen die Hunde unserer Angst. Sie stürzten in einem jaulenden, klauenbewehrten Wirbel aus Morast und Fängen auf uns zu, und ich senkte Schlangenhauch, um ihn der ersten zähnefletschenden Bestie ins Maul zu rammen, und da wurden sie unvermittelt von einer neuen Stimme gerufen. Es war die Stimme einer Jägerin. Sie war klar und laut, und ein seltsamer, kreischender Ruf, der die Morgenluft durchschnitt wie ein Jagdhorn. Und die Hunde erstarrten augenblicklich. Dann drehten sie sich um sich selbst und winselten erbärmlich. Einer war mir bis auf drei oder vier Schritte nahe gekommen, ein Untier mit Schlammverklebtem Fell, und es krümmte und wand sich, als die unsichtbare Jägerin ihren Ruf erneut erklingen ließ. Es lag etwas Trauriges in diesem wortlosen Ruf. Der sich mehr wie ein zitternder Todesschrei anhörte. Und die Hündin jaulte im Gleichklang. Der Jäger, der die Hunde losgelassen hatte, versuchte sie mit der Peitsche wieder auf uns zu hetzen, aber erneut tönte die seltsame, heulende Stimme. Dieses Mal klang sie drohender, als jaule die Jägerin vor bebendem Zorn. Und da stürzten sich drei der Hunde auf den Jäger. Er schrie und dann versank er in einer Masse aus Fell und Zähnen. Die Reiter trieben ihre Pferde zu den Hunden, um sie von dem sterbenden Mann wegzujagen, doch die Jägerin war nun in wildes Gekreische verfallen, das die ganze Meute in Richtung der Pferde rasen ließ, und die Reiter drehten angsterfüllt um und galoppierten zurück zum Torhaus. Da ertönte ein sanfterer Ruf von der Jägerin, und die Hunde scharten sich gehorsam um die Esche und ließen die Reiter abziehen. Sie behielten die Tür von Kjartans Palas im Blick, und dort erschien nun die Jägerin. Sie stieg über den zerhackten Körper im Eingang, und sie summte etwas für die Hunde, und sie legten sich auf den Bauch, während die Jägerin uns über die Tiere hinweg ansah. Es war Tira. Es war Jahre her, seit ich Ragnars Schwester gesehen hatte. Und ich erinnerte mich an sie als ein schönes Mädchen, glücklich, gesund und empfindsam. Sie hatte sich zu einer Kreatur wie aus einem Albtraum verwandelt. Sie trug einen langen Umhang aus Rehleder, doch darunter war sie nackt, mager und grässlich schmutzig. Ihre Beine und Arme waren mit Narben übersät, als ob sie jemand immer wieder mit einem Messer geschlagen hätte. Ihr goldenes Haar war strähnig, matt und schmierig, und sie hatte abgestorbene Efeuranken in das filzige Gewirr geflochten der efeu hing ihr bis weit über die schultern herunter finnen bekreuzigte sich bei ihrem anblick steapa tat es ihm gleich und ich tastete nach meinem hammeramulett terras gebogene fingernägel waren so lang wie ein kastriermesser und dann wedelte sie mit diesen hexenhänden herum und schrie mit einem Mal die Hunde an, die sich krümmten und jaulten, als litten sie schreckliche Schmerzen. Sie sah zu uns herüber, und mein Blick begegnete dem Wahnsinn in ihren Augen, und ein Angstschauer überlief mich. Unvermittelt hockte sie sich auf den Boden, zeigte auf mich, und aus ihren blitzenden Augen sprühte reiner Hass. Ragnar! schrie sie. Ragnar! Der Name klang aus ihrem Mund wie ein Fluch. Und die Hunde drehten sich zu mir um und starrten mich an, und ich wusste, dass sie sich auf mich stürzen würden, sobald Terra das nächste Mal den Mund öffnete. Ich bin Utret. rief ich ihr zu. Utret. Ich nahm meinen Helm ab, so dass sie mein Gesicht sehen konnte. Ich bin Utret. Utret? fragte sie, ohne mich aus den Augen zu lassen. Und in diesem Moment wirkte sie ganz vernünftig, sogar bestürzt. Utrett, sagte sie noch einmal, und der Ton lenkte die Hunde von uns ab. Und dann fing Tira an zu schreien. Es war kein Schrei für die Hunde, sondern ein jammernder, heulender Schrei, der an die Wolken gerichtet war. Und dann wandte sie jählings ihren Zorn gegen die Hunde. Sie glaubte Hände voll Schlamm auf und bewarf sie damit. Terra trieb die Höllenmeute in Raserei, und ich rief meinen Männern zu, Terra zu folgen. Die Hunde waren schreckliche Wesen, Untiere aus dem Schlund der Weltenverwirrung, die nichts konnten außer zu töten, und Terra trieb sie immer weiter an mit ihren hohen, heulenden Schreien, und der Schildwall löste sich auf lange bevor der erste Hund überhaupt dort war. Die Männer flohen, zerstreuten sich auf dannholms weiter Felsenkuppe, und die Hunde verfolgten sie. Nur ein paar tapfere blieben beim Tor, und dorthin wollte ich jetzt. Das Tor. rief ich. Terra. Schick sie zum Tor. Sie machte ein bellendes Geräusch, schrill und kurz, und die Hunde folgten ihr und hetzten auf das Torhaus zu. Kjartans Männer am Tor starben einen qualvollen Tod, zerfetzt und zerfleischt von der rasenden Meute. Wir folgten den Hunden, doch da setzte bei einem der Reiter die Vernunft wieder ein, und er rief den verängstigten Männern zu, sie sollten uns von hinten einkreisen. Der Reiter war ein großer Mann, sein Kettenhemd wurde halb durch einen schmutzigen weißen Umhang verdeckt, in seinem Helm waren goldbronzen gerahmte Auslassungen für die Augen, so dass sein Gesicht nicht zu sehen war, aber ich wusste, dass ich Kjartan vor mir hatte. Er trieb seinen Hengst an, und zwanzig Männer folgten ihm. Doch da jaulte Terra eine kurze abfallende Tonfolge und zwei Dutzend der Hunde stellten sich den Reitern in den Weg. Einer von ihnen versuchte den Hunden in seiner Verzweiflung durch eine zu schnelle Wendung seines Pferdes zu entkommen und das Tier stürzte. Ich hörte den Mann brüllen und sah, einen Speer aufblitzen, der vom Wall heruntergeschleudert worden war. Die Männer auf dem Dach des Torhauses versuchten uns mit ihren Speeren aufzuhalten. Der Mann mit dem weißen Umhang befahl seinen Männern, die Hunde abzuschlachten. Sie formten einen Schildwall und griffen an. Sie hielten ihre Schilde niedrig, um die Hunde abzuwehren, und setzten Speere und Schwerter ein, um sie zu töten. Steapa rief ich, und er verstand, was ich wollte, und gab den anderen Männern den Befehl, ihm zu folgen. Er und Klapper waren als erste zwischen den Hunden, und ich sah Steapas Axt auf ein behelmtes Gesicht niederfahren, als Terra die Hunde zum Angriff auf den neuen Schildwall rief. Ich sah einen der Hunde hochspringen und sich in das Gesicht eines Mannes verbeißen, und der Mann schrie, und der Hund jaulte mit einem Schwert im Bauch. Und Terra kreischte auf die Hunde ein, und Steapa hielt gegen die Mitte des feindlichen Schildwalls, doch der wurde immer länger, je mehr gegnerische Krieger dazustießen, und in ein paar Momenten würden sich die Flügel dieses Schildwalls um meine Männer und um die Hunde schließen, und alle würden niedergemacht werden. Also rannte ich zum Bogengang des Torhauses. Am Tor selbst wurde der Bogengang nicht verteidigt, doch auf dem Wall standen immer noch Krieger mit Speeren. Alles, was ich einsetzen konnte, war der Schild eines Toten, und ich betete, dass sich der Tote einen guten Schild hatte bauen lassen. Ich hob ihn über meinen Helm und rannte los. Die schweren Speere fuhren auf mich herab, sie krachten auf den Schild und mindestens zwei bohrten sich durch die Lindenholzbretter. Dann erschütterte ein Schlag meinen linken Unterarm und das Schild wurde durch das Gewicht der Speere schwerer und schwerer, doch dann war ich unter dem Torbogen und in Sicherheit. Doch einer der Speere hatte an meinem linken Unterarm den Ärmel des Kettenhemdes durchdrungen und es gelang mir nicht ihn herauszuziehen. Also musste ich zuerst mit Wespenstachel die ledernen Halterungen des Schildes durchschneiden. Danach konnte ich die Speerspitze aus dem Ärmel des Kettenhemdes und meinem Arm reißen. Der Ärmel war mit Blut verschmiert, doch der Arm war nicht gebrochen, und so hiefte ich den gewaltigen Schließbalken hoch und zerrte ihn von den Torflügeln weg. Dann zog ich die Flügel des Tores nach innen auf, und Ragnar und seine Leute standen in fünfzig Schritten Entfernung davor, und sie jubelten, als sie mich sahen und rannten los, während sie sich mit erhobenen Schilden vor den Speeren und Äxten schützten, die vom Wall herabgeschleudert wurden. Sofort verlängerten sie unsere Reihe zu einem Schildwall und gingen mit all ihren Waffen und all ihrem Ingrimm auf Kjartans überraschte Männer los. Es war ein Kampf Schildwall gegen Schildwall. Es war der Kampf im Schildwall mit all seinen Schrecken. Es war das Donnern der Schilde, die gegeneinander krachten, und es war das Keuchen der Männer, die mit Kurzschwertern aufeinander einstachen oder mit einer Drehung ihre Schwerter in die Bäuche der Gegner stießen. Es war Blut und Kot und Gedern, das ich im Schlamm ringelte. Im Schildwall sterben Männer. Und dort verdienen sie sich die Ruhmesgesänge der Skalden. Ich reite mich in Ragnarswall ein, und Steapa, der, der sich den Schild eines Reiters genommen hatte, hob seine Kriegsaxt. Beim Vorrücken stiegen wir über tote und sterbende Hunde hinweg. Es dauert selten lange, bis einer der Schildwelle zusammenbricht, und in diesem Kampf löste sich Kjartans Wall als erster auf. Er hatte versucht, uns mit den Flügeln seines Schildwalls einzuschließen doch die überlebenden Hunde bewachten unsere Seiten, und Steapa schwang seine Axt wie einen Dreschflegel. Wessex! rief er immer wieder. Wessex! und ich stand an seiner rechten und Ragnar an seiner linken Seite, und der Regen peitschte auf uns herab, als wir uns mit Steapa durch Kjartans Schildwall kämpften, so dass schließlich kein Feind mehr vor uns stand, und dann löste sich Kjartans Schildwall ganz auf. Kjartan war groß, fast so groß wie Steapa. Und er war stark. Doch er spürte, dass seine Festung fallen würde, und befahl seinen Männern, einen neuen Schildwald zu bilden, doch einige seiner Krieger gaben schon auf, andere flüchteten. Einige wenige Männer scharten sich um Kjartan, hoben ihre Schilde und erwarteten den Tod. Kjartan mochte grausam gewesen sein, aber er war auch tapfer. Sein Sohn Sven dagegen war nicht tapfer. Er hatte die Männer auf dem Festungswall am Torhaus befehligt, und diese Männer machten sich fast alle nordwärts davon und ließen Sven mit nur noch zwei anderen Kämpfern zurück. Guthred, Finnen und Rollo erkletterten den Wall, um mit ihnen zu verhandeln, doch nur Finnen wurde gebraucht. Und ich beobachtete erstaunt, wie er Guthred und Rollo überholte und es mit den drei Männern allein aufnahm. Er verwirrte Svens Verteidiger mit Finden, drehte sich an ihren Angriffen vorbei und tötete sie beide mit einem Grinsen. Dann wandte er sich Sven zu, doch Sven hielt seinen Schild und sein Schwert weit auseinander, als wolle er zeigen, dass er nichts Böses im Sinn habe. Immer noch grinsend ging Finnen in die Hocke und machte sich bereit, sein langes Schwert in Svens ungeschützten Bauch zu stoßen. Er gehört mir! schrie Tira in diesem Moment. Er gehört mir. Finnen warf ihr einen Blick zu, und Sven zuckte mit dem Schwertarm, als wolle er zustoßen. Doch da schnellte schon Finnens Schwert in seine Richtung, und Sven erstarrte. Er winselte um Gnade. Doch da stand schon Tira über ihm, und sie hatte einen langen, jammernden Schrei ausgestoßen, und die restlichen Hunde waren zu ihr gekommen. Nein, sagte Sven. Er starrte mit seinem einen Auge zu ihr hoch. Nein! Ja! zischte sie und nahm ihm das Schwert aus der widerstandslosen Hand, und dann machte sie ein kläffendes Geräusch, und die Hunde stürzten sich auf ihn. Er zuckte und schrie, als ihre Fänge in seinen Körper schlugen. Einige der Hunde, die darauf abgerichtet waren, schnell zu töten, wollten ihm an die Kehle gehen, doch Terra wehrte sie mit dem Schwert ab, und so töteten die Hunde Sven, indem sie ihn vom Schritt aufwärts zerfleischten. Seine Schreie durchschnitten den Regen wie scharfe Klingen. Sein Vater hörte alles. Und Terra sah zu und lachte. Und Kjartan lebte immer noch. Vierunddreißig Männer waren ihm geblieben, und sie wussten, dass sie dem Tod geweiht waren und wollten als stolze Dänen sterben. Doch da ging Ragnar zu ihnen und deutete mit seinem Schwert auf Kjartan. Und Kjartan nickte. Und trat aus einem Schildwall. Die Eingeweide seines Sohnes wurden von den Hunden verschlungen, und Terra tanzte durch die Lachen aus Svens Blut und summte ein Lied auf ihren Sieg. Ich habe deinen Vater getötet, sagte Kjartan höhnisch zu Ragnar, und dich werde ich auch töten. Die beiden Männer standen sechs Schritte voneinander entfernt. Deine Schwester war eine gute Hure, sagte Kjartan bevor sie verrückt geworden ist. Dann stürzte er unvermittelt mit erhobenem Schild vor. Und Ragnar machte einen Schritt nach rechts und ließ Kjartan an sich vorbeilaufen, und Kjartan, der damit gerechnet hatte, ließ sein Schwert herumschwingen, um Ragnars Knöchel zu treffen, doch Ragnar war schon wieder ausgewichen. Sie war sogar noch eine ganz brauchbare Hure, nachdem sie verrückt geworden war, sagte Kjartan, außer dass wir sie festbinden mussten. Da griff Ragnar an. Den Schild erhoben und das Schwert zu einem niedrigen Vorstoß bereit. Die beiden Schilde krachten gegeneinander und Kjartan fing Ragnars Schwerthieb ab. Und beide Männer legten sich mit ihrem ganzen Gewicht in ihre Schilde, um den anderen zu Fall zu bringen. Und dann trat Ragnar wieder zurück. Er wusste, wie schnell und erfahren Kjartan war. Aber ich habe schon bessere Huren gehabt als deine Schwester, sagte Kjartan. Sie ist inzwischen zu verbraucht und zu verdreckt! Und dann machte er unvermittelt einen Vorstoß und hieb mit seinem Schwert nach Ragnar. Sein Angriff war nicht kunstvoll, bloß reine Kraft und Geschwindigkeit. Und Ragnar wich mit einem Schritt seitwärts aus und fing den wilden Ausfall mit seinem Schild ab. Ich habe deinen Vater umgebracht, sagte Kjartan, und sein Schwert schlug eine Kerbe in Ragnars Schild. Ich habe deine Mutter verbrannt! Und ich habe deine Schwester zur Hure gemacht, sagte er und trieb Ragnar mit seinem nächsten Schwertstreich noch weiter zurück. Und als nächstes werde ich auf deine ausgeweitete Leiche pissen, brüllte Tjartan, holte aus und schwang seine Klinge wieder niedrig gegen Ragnars Knöchel. Dieses Mal traf er und Ragnar stolperte. Kjartan riss seinen Schild hoch, um den Gegner zu Boden zu werfen, und Ragnar, der während des ganzen Kampfes noch kein Wort gesagt hatte, begann mit einem Mal laut zu schreien. Er rammte seinen Körper unter Kjartans Schild hindurch gegen seinen Feind und schob den größeren Mann mit schierer Kraft zurück. Er hatte seine Stiefel mit Eisenbändern verstärkt. Und wenn auch eines der Bänder nahezu zerschlagen war, und wenn er auch eine Schramme abbekommen hatte, so war er doch nicht ernstlich verletzt. Und jählings verwandelte er sich in ein Bündel aus Wut und Bewegung, und seine Schnelligkeit konnte es fast mit Finnens Flinkheit aufnehmen. Und Kjartan fand sich mit einem Mal in einem verzweifelten Kampf wieder. Sein Atem reichte ihm nur noch, um sich zu verteidigen, und Ragnar bestand nur noch aus Grimm und Gewandtheit. Er stieß gegen Kjartan vor, griff ihn an, stieß erneut vor, zielte, drehte sich weg, täuschte niedrige Angriffe vor, wehrte mit seinem Schild einen Gegenangriff ab und schwang sein Schwert Herzbrecher, um Kjartan am Helm zu treffen. Kjartan warf nur den Kopf zurück, und Ragnar rammte seinen Schild gegen den Kjartans, um den kräftigen Gegner rückwärts aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sein nächster Hieb zerschlug eines der Lindenholzbretter, und Ragnar stimmte ein Totenlied an, das so schrecklich klang, dass die Hunde bei Terra mitjaulten. Über zweihundert Männer sahen diesem Kampf zu. Wir alle wussten, was geschehen würde, denn nun war Ragnar vom Rausch des Tötens ergriffen worden, von der rasenden Wut des Schwertdänen. Kjartan stolperte schließlich über einen toten Hund, als ihn Ragnar erneut rückwärts trieb. Kjartan landete auf dem Rücken, und Ragnar stellte sich über ihn und durchbrach den Ärmel von Kjartans Kettenhemd und durchtrennte die Sehnen seines Schwertarmes. Kjartan versuchte wieder hochzukommen, aber Ragnar trat ihm ins Gesicht, und dann drückte er ihm seinen Stiefelabsatz auf die Kehle. Kjartan würgte. Dann trat Ragnar zurück und ließ seinen Schild vom linken Arm gleiten. In seiner verkrüppelten linken Hand nahm er Kjartan das Schwert ab, warf es in den Schlamm, und dann tötete er seinen Gegner. Es war kein schneller Tod. Doch Kjartan schrie kein einziges Mal. Ragnar ließ ihn Hieb um Hieb langsam verbluten. Kjartan sprach nur noch einmal, bevor er starb. Und da bat er um sein Schwert, damit er ehrenvoll in die Totenhalle Odins einziehen konnte. Doch Ragnar. Schüttelte den Kopf. Nein, sagte er, und das war sein einziges Wort bis zu seinem letzten Hieb. Dieser Hieb war ein zweihändig geführter Stich abwärts in Kjartans Bauch, ein Stich, der sich durch das Kettenhemd in Kjartans Körper bohrte und auf der anderen Seite durch das Kettenhemd unter Kjartans Rückgrat in die Erde fuhr. Und so ließ Ragnar den Herzbrecher stecken und trat zurück. Dann hob er den Kopf, den Regentropfen entgegen und rief in die Wolken Vater! Vater! Er sagte Ragnar dem Älteren, dass sein Tod nun gerecht war. Tira, hatte bei den Hunden gekauert, um Kjartan sterben zu sehen. Doch nun richtete sie sich auf und schickte die Hunde zu Ragnar. Es waren immer noch wenigstens zwanzig der wölfischen Bestien übrig und sie knurrten Ragnar an. Und Tera kreischte: „Du hättest viel früher kommen müssen." Er starrte sie an, fassungslos. „Ich bin gekommen, sobald ich…" „Du bist auf Beutezug gegangen!" schrie sie ihn an. Du hast mich hier im Stich gelassen. Die Hunde schienen Terras Schmerz zu spüren, und sie krümmten sich, das Fell bluttriefend und die Zungen aus blutverschmierten Mäulern hängend. Sie warteten nur auf ein Wort, und dann würden sie ihn in eine blutig rote Masse verwandeln. Du hast mich hier im Stich gelassen. jammerte Terra wieder, und sie stellte sich zwischen die hunde um ihrem bruder ins gesicht zu sehen dann fiel sie auf die knie und begann zu schluchzen ich wollte zu ihr doch die hunde wandten mir ihre köpfe zu und fletschten unter bösartigen augen die zähne ich werde dich töten schrie sie ragnar an terra sagte er Du hast mich hier im Stich gelassen. Sie erhob sich. Und mit einem Mal wirkte sie wieder ganz vernünftig, und ich erkannte, dass sie unter all dem Schmutz und all den Narben immer noch eine Schönheit war. Der Preis für mein Leben, sagte sie ganz ruhig zu ihrem Bruder, ist dein Tod nein erklang da eine neue stimme nein das ist er nicht es war pater beocca er hatte unter dem großen torbogen gewartet und nun hinkte er über das blutige schlachtfeld und sprach mit machtbewusster strenge terra knurrte ihn an du bist schon tot priester sagte sie und machte eines ihrer kläffenden Geräusche, worauf sich die Hunde Beorka näherten und Terra wieder anfing wie eine Wahnsinnige zu zucken. Tötet den Priester! schrie sie den Hunden zu. Tötet ihn! Ich lief los, doch da erkannte ich, dass ich nicht gebraucht wurde. Die Christen reden viel über Wunder. Und ich wollte immer einmal selbst so eine Zauberei erleben. Und an diesem Tag, in dem unaufhörlichen Regen sah ich etwas, das einem Wunder so nahe wie nur irgendetwas kam, das ich jemals erlebt habe. Pater Beocca hinkte in seiner schmutzstarrenden Priesterkutte geradewegs in die Meute der bösartigen Hunde. Und sie schreckten vor ihm zurück. Sie winselten sogar, als fürchteten sie den schielenden Krüppel. Und er humpelte ruhig an ihren grässlichen Fängen vorbei, und ließ Terra nicht aus den Augen, deren Gekreisch langsam zu einem Wimmern und dann zu lautem Schluchzen wurde. Ihr Umhang stand offen und ließ ihre Narben übersäte Nacktheit sehen. Und Bjorca nahm seinen durchweichten Umhang und legte ihn um ihre Schultern. Sie hatte das Gesicht in ihre Hände gebettet. Sie wimmerte immer noch. Und die Hunde jaulten aus Mitgefühl gemeinsam mit ihr. Und Ragnar sah einfach nur zu. Ich dachte, Beoka würde Tira wegführen. Doch er legte seine Hände um ihr Gesicht. Und dann schüttelte er sie unvermittelt. Er schüttelte sie sehr fest. Und als er es tat, rief er den Himmel an. Herr! Nimm diesen Dämon von ihr! Lass das Böse aus ihr herausfahren. Erlöse sie aus der Knechtschaft Abadons. Da schrie sie, und die Hunde warfen ihre Köpfe zurück und heulten den Regen an. Beorka schüttelte erneut Terras Kopf, und er tat es so heftig, dass ich fürchtete, er würde ihr das Genick brechen. Erlöse sie von dem Bösen, Herr, rief er nimm sie auf in deiner liebe und deiner großen gnade seine verkrüppelte hand hielt terras haar und er ließ ihren kopf nach vorne und zurückfahren während er seine gebete intonierte im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes befehle ich euch ihr verderbten dämonen aus diesem mädchen auszufahren ich werfe euch in den abgrund zurück ich verbanne euch! Ich schicke euch für die Ewigkeit und einen Tag in die Hölle! Und ich tue es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Fahrt aus! Und da begann Terra auf einmal zu weinen. Einfach leise zu weinen. Und sie ließ ihren Kopf an Beokas Schulter sinken. Und er legte seine Arme um sie und wiegte sie und sah uns an, als stünden wir, blutverschmiert, bewaffnet und kampfbereit, wie wir waren, im Bund mit den Dämonen, die er verbannt hatte. »Es geht ihr jetzt gut«, sagte er unbeholfen. »Oh, weg mit euch!« Dieser gereizte Befehl galt den Hunden, und erstaunlicherweise gehorchten sie ihm und schlichen sich davon und ließen Ragnar in Frieden. »Wir müssen dafür sorgen, dass sie es warm hat«, sagte Beocca. »Und wir müssen ihr etwas Richtiges zum Anziehen geben.« »Ja«, sagte ich, »das müssen wir.« »Nun, wenn du es nicht tun willst«, sagte Beocca ungehalten, weil ich mich nicht rührte, »dann werde ich es tun.« Er führte Tira zu Kjartans Palas. Dann stellte ich meinen rechten Fuß auf Kjartans Körper und zerrte Herzbrecher aus der Leiche. Ich gab Ragnar sein Schwert und er umarmte mich. Doch keiner von uns beiden empfand ein Hochgefühl. Was soll ich Terra sagen? fragte mich Ragnar. Du sagst dir die Wahrheit, antwortete ich. Und dann ging ich Gisela holen. Gisela und Brida halfen Tira beim Waschen sie kämmten die goldenen strähnen aus und sie kleideten tira in ein einfaches wollenes gewand und einen umhang aus otternfell ragnar setzte sich zu ihr ans feuer und ich trat mit pater beorka vor das haus es hatte zu regnen aufgehört ihr seid ein tapferer mann pater unsinn ich wollte zu ihr sagte ich aber die hunde haben mich zu sehr geängstigt diese Bestien haben heute dreißig oder mehr Männer getötet. Und Ihr seid einfach zwischen sie gelaufen. Das sind doch nur Hunde, sagte er geringschätzig. Wenn Gott und St. Cuthbert mich nicht einmal vor Hunden beschützen können, wozu sind sie dann überhaupt fähig? Ich unterbrach ihn, legte ihm beide Hände auf die Schultern und drückte sie. Ihr wart sehr mutig, Pater, beharrte ich und ich bewundere Euch dafür. Biocca war überaus geschmeichelt von diesem Lob, doch er bemühte sich dennoch um Bescheidenheit. Ich habe einfach nur gebetet, sagte er, und Gott hat alles andere getan. Ich ließ ihn los, und er ging ein paar Schritte, und trat nebenbei mit seinem Klumpfuß an einen Speer, der nach dem Kampf liegen geblieben war. Diese Narben an ihren Armen und Beinen, sagte er. Ich hatte geglaubt, Kjartan oder Sven hätten sie verletzt, aber sie hat es selbst getan, wie sie mir erzählt hat. Warum hat sie das nur getan? Um sich hässlich zu machen? schlug ich vor. Aber das ist sie nicht, sagte Beocca verständnislos. Sie ist wunderschön. Ja, sagte ich. Das ist sie. Wir können nicht hier bleiben. Er sah zu mir empor. Und in seinem guten Auge stand Besorgnis. Wir müssen Ivar schlagen. Das werden wir auch, Pater, sagte ich. Er hat das größte Heer in ganz Nordumbrien. Aber er wird ganz allein sterben, Pater. Ich wusste selbst nicht, warum ich das gesagt hatte. Die Worte waren mit einem Mal aus meinem Mund gekommen, und ich dachte, dass ein Gott durch mich gesprochen haben musste. Er wird allein sterben, wiederholte ich. Das verspreche ich euch. Doch zuvor gab es anderes zu tun. Wir mussten Kjartans Hort unter dem Fußboden des Pallas ausgraben, der als Hundezwinger gedient hatte. Diese Arbeit ließen wir Kjartans Sklaven tun. Sie gruben den stinkenden Boden auf, und wir fanden Silberbarren und Fässer mit Gold und Altarkreuze und Armringe und Lederbeutel voller Bernstein, Jett und Granatstein. Wir waren nun alle reich. Kjartans besiegte Kämpfer bauten einen Scheiterhaufen für ihre Toten, wenn Ragnar auch verhinderte, dass Kjartan selbst und das, was von seinem Sohn Sven noch übrig war, verbrannt werden durften. Guthred hatte im Überschwang des Sieges verkündet, die Festung sei nun sein Eigentum und er würde sie zu einer der Königsfestungen in Nordumbrien machen. Doch ich nahm ihn beiseite und sagte ihm, er solle Dunholm an Ragnar abgeben. Ragnar ist euch freundlich gesinnt, erklärte ich ihm, und ihr könnt darauf vertrauen, dass er Dunholm verteidigen kann. Also gab Gathred Dunholm an Ragnar, und Ragnar beauftragte Rollo damit, Dunholm zu halten, und ließ ihm für die Zeit, die wir im Süden waren, dreißig Männer zur Sicherung des Festungswalles da. Mehr als fünfzig von Kjartans geschlagenen Männern leisteten Ragnar den Treueid, doch erst nachdem er festgestellt hatte, dass keiner von ihnen daran beteiligt gewesen war, den Palast seiner Eltern niederzubrennen. Jeder Mann, der diese Mordtaten unterstützt hatte, wurde getötet. Der Regen war nach Süden abgezogen und hatte einen klaren Himmel mit vereinzelten Wolken hinterlassen, unter dem wir durch das große Tor von Dannholm ritten. Brida ritt mit Ragnar, Gisela neben mir, und Terra wich nicht mehr von Beokas Seite. Ihre Fingernägel waren geschnitten, ihr Haar mit Sorgfalt unter einer weißen Haube hochgesteckt, und an diesem Morgen hatte sie ihren Bruder mit einem Kuss begrüßt. Sie wirkte immer noch unglücklich, doch Beorka fand die richtigen Worte, um sie zu trösten, und sie saugte diese Worte auf, als wären sie Wasser, und sie stünde kurz vor dem Verdursten. Hinter ihm führte ein Diener ein Packpferd, das mit vier enormen Altarkreuzen aus Kjartans Hort beladen war. Biocca hatte verlangt, dass sie an die Kirche zurückgegeben wurden, und keiner von uns konnte ihm das verweigern, nachdem er sich als ebenso großer Held wie irgendeiner von uns erwiesen hatte. Nun beugte er sich zu Tera hinüber, sprach drängend auf sie ein, und sie hörte aufmerksam zu. Gisela beugte sich zu mir hinüber. Ich weiß, dass die Götter auf unserer Seite sind. Ich werfe die Runenstäbe. Und was sagen die Runenstäbe über Ivar? Dass er sterben wird wie eine Schlange unter einer Hacke, sagte sie grimmig und sah mich stirnrunzelnd an. Müssen wir wirklich nach Wessex? Ich habe es Alfred geschworen. Ich habe ihm den Treueid geleistet. Dann müssen wir nach Wessex, sagte sie ohne jede Begeisterung. Magst du Alfred? Nein. Warum nicht? Er ist zu fromm sagte ich, und zu ernst, und er stinkt. Und er wird deine Anwesenheit auch nicht gutheißen, weil du keine Christin bist. Darüber lachte sie nur. Und was wird er mit dir machen? Er wird mir Land geben, sagte ich, und erwarten, dass ich für ihn kämpfe. Sie dachte eine Weile darüber nach. Ich mochte Alfred nicht, aber ich erkannte dennoch an, dass er auf der britannischen Insel die wahre Macht verkörperte. Kein anderer hatte solche Ziele, kein anderer hatte diese Entschlusskraft. Und Kjartans Tod war weniger auf uns als auf Alfred zurückzuführen. Er hatte uns in den Norden geschickt, und er hatte gewusst, dass wir tun würden, was er wollte, auch wenn er uns nicht ausdrücklich gesagt hatte, was das war. Und auf einmal wurde mir klar, dass ein Dasein als Alfreds Schwurmann vielleicht doch nicht so trübselig war, wie ich befürchtet hatte. Wenn du Alfreds eingeschworener Mann bist, fing Gisela zurückhaltend an, warum hat er dich dann hierher kommen lassen? Weil er will, dass dein Bruder in Nordumbrien regiert. Sie dachte über meine Antwort nach. Weil Guthret so eine Art Christ ist? Das ist Alfred sehr wichtig, sagte ich. Oder weil Guthret schwach ist? fragte sie weiter. Ist er denn schwach? Du weißt, dass er es ist, sagte sie spöttisch. Er hätte Ivar gleich töten sollen, als er ihm das erste Mal begegnet ist, und Rothweard hätte er schon längst in die Verbannung schicken sollen. Aber er fürchtet St. Cuthbert viel zu sehr. Und warum sollte Alfred einen schwachen König auf Nordumbriens Thron haben wollen? fragte ich sanft. Damit Nordumbrien schwach ist, sagte sie. Wenn eines Tages die Sachsen kommen und ihr Land zurückhaben wollen. Ist es das, was deine Runenstäbe voraussagen? Sie sagen, antwortete Gisela, dass wir zwei Söhne und eine Tochter haben werden. Und dass dir der eine Sohn das Herz brechen und dich der andere stolz machen. Und dass deine Tochter die Mutter von Königin sein wird. Dann berührte sie meinen Arm. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Das ist mein Schwur. Ragnar hatte Späher vorausgeschickt, und während der Tag langsam verstrich, kamen einige von ihnen auf erschöpften Pferden zurück. Ivar, so hatten sie erfahren, hatte er Furwick besetzt. Guthrids ausgedünnte Festungsmannschaft hatte die Stadt lieber kampflos übergeben, als sich in ihren Straßen abschlachten zu lassen. Ivar hatte geplündert, was er konnte, eine neue Wachmannschaft auf den Festungswall gestellt und zog nun schon wieder Richtung Norden. Von dem Fall Dannholms konnte er bisher kaum gehört haben. Also hatte er vermutlich vor, Guthred irgendwo zu stellen, der nach seiner Vermutung noch in catrid lag oder hoffnungslos in Richtung der Einöde von Kumbrien irrte. Die Leute erzählten, Ivar gebiete über 2000 Speere. Doch diese Zahl taten Ragnar und ich ab. Dennoch war ich sicher, dass Ivars Männer weit in der Überzahl waren. Können wir gegen ihn kämpfen? fragte Guthred. Wir können gegen ihn kämpfen, antwortete Ragnar an meiner Stadt, aber wir können sein Heer nicht besiegen. Und warum ziehen wir dann nach Süden? Um Cuthbert zu retten, sagte ich, und um Ivar zu töten. Wir überlassen den Göttern die Entscheidung, erklärte Ragnar. Und Guthred fragte nicht weiter. Am gleichen Abend erreichten wir Catret. Als die Sonne die Hügel im Westen rot färbte, durchquerten wir bei einer Furt den Swale. Die Geistlichen hatten, statt sich in die Hügel zurückzuziehen, die kargen Annehmlichkeiten Catrids vorgezogen, und niemand hatte sie belästigt, während wir nach Dunholm geritten waren. Sie hatten in den südlich gelegenen Hügeln dänische Reiter gesehen, und ich vermutete, dass diese Männer Späher von Ivar gewesen waren. Pater Rothwirt und Abt Erdred zeigten sich nicht sehr beeindruckt davon, dass wir Dunholm erobert hatten. Alles, was sie kümmerte, war der Leichnam des Heiligen und die anderen wertvollen Reliquien, die sie noch am Abend auf dem Friedhof ausgruben und in einer feierlichen Prozession in die Kirche trugen. In dieser Nacht beteten ausnahmslos alle Christen. Sie versammelten sich in der Kirche, und ich dachte schon, sie würden niemals mehr aufhören zu beten, doch dann, mitten im dunklen Herzen der Nacht, waren sie endlich still. Ich lief auf dem niedrigen Festungswall entlang und musterte unter dem schwachen Licht des abnehmenden Mondes den Verlauf der Römerstraße Richtung Süden. Von dort würde Ivar kommen, und ich konnte nicht sicher sein, dass er keine sorgfältig ausgewählte Reitertruppe zu einem nächtlichen Angriff losschicken würde, und deshalb hatte ich hundert Männer in den Gassen des Dorfes Aufstellung nehmen lassen. Doch der Angriff blieb aus, und als in der Dunkelheit Nebel aufstieg und die Felder mit einem Schleier überzog, kam Ragnar, um mich abzulösen. Wir werden morgen früh Reif bekommen, sagte er zu mir. Das werden wir, stimmte ich zu. Er sah die Straße hinunter. Musst du zurück nach Wessex? Schwüre können gebrochen werden. Ich werde den Eid nicht brechen, den ich Alfred geleistet habe, sagte ich. Aber ich werde dir einen anderen Eid schwören. Ich schwöre dir, dass ich niemals gegen dich kämpfen werde. Und dass alles, was mein ist, auch dein ist. Und dass ich tun werde, was ich kann, wann immer du Hilfe brauchst. Ragnar schwieg eine Weile. Dann trat er gegen eine Grassode auf der Wallkrone und blickte in den Nebel. »Ich schwöre dir das Gleiche«, sagte er leise. Und weil er sich in ebenso peinlicher Verlegenheit befand wie ich, trat er erneut gegen die Grassode. »Mit wie vielen Männern wird Ivar wohl kommen?« »Achthundert«, er nickte. »Und wir haben nicht einmal dreihundert.« es wird nicht zum Kampf kommen. Nein? Iva wird sterben, sagte ich. Und damit wird es zu Ende sein. Ich berührte das Heft Schlangenhauchs, um mein Glück zu beschwören und spürte dabei die leicht erhabenen Ränder von Hilds Kreuz. Er wird sterben, sagte ich erneut, und Guthred wird regieren. Und er wird tun, was du ihm zu tun rätst. Willst du, dass ich ihm sage, er soll Elfrick angreifen? fragte er. Nein. Bebernburg ist zu stark, sagte ich. Und es gibt kein zweites Tor wie in Dunholm. Außerdem will ich Elfrick selber töten. In der Morgendämmerung weckte mich Citrix' Gehämmer gegen den Türsturz. Sie sind da, Herr! Rief er. Auf der anderen Seite des Flusses! Es waren nur etwa 100 Reiter, und sie versuchten nicht die Furt zu überqueren, und deshalb vermutete ich, sie seien nur zum Nordufer des Whale befohlen worden, um uns den Fluchtweg abzuschneiden. Ivars Hauptstreitmacht würde von Süden her auftauchen, wenn das auch keine Aussicht war, die in dieser nebligen Dämmerung für große Begeisterung sorgen konnte. Dann hörte ich im Dorf Männerrufe. Was geht da vor? fragte ich Citric. Die Christen sind in Aufruhr, Herr. Ich ging zur Kirche und stellte fest, dass das goldene Reliquiar mit den Barthaaren des Heiligen Augustinus, das überaus wertvolle Geschenk Alfreds an Guthred, gestohlen worden war. Es hatte zusammen mit den anderen Reliquien auf dem Altar gestanden, doch über Nacht war es verschwunden. Und Pater Rothbeard jammerte neben einem Loch, das hinter dem Altar in die Flechtmauer gerissen worden war. Auch Guthred war da und hörte Abt Erdred zu, der den Diebstahl als ein Zeichen göttlicher Missbilligung deutete. Pater Rothwirt schaukelte im Stehen vor und zurück, rang die Hände und rief die göttliche Rache auf die Häupter der Ungläubigen herab, die das heilige Kleinod gestohlen und die Kirche entweiht hatten. »Offenbare uns den Schuldigen, Herr!« rief er, und dann sah er mich und fand scheinbar, dass damit die Offenbarung eingetreten war, denn sofort deutete er auf mich. »Er weiß!« spie er aus. Wart ihr es? fragte Guthred. Nein, Herr, sagte ich. Er war es, beharrte Rothwirt. Ihr müsst die Habe all dieser Heiden durchsuchen, erklärte Erdred an Guthred gewandt. Denn wenn die Reliquie ihr nicht gefunden wird, dann ist unsere Niederlage sicher. Für diese Sünde werden wir von Ivar vernichtet werden. Es schien mir eine seltsame Strafe zu sein, einem heidnischen Dänen zu gestatten, einen christlichen König niederzuwerfen, weil eine Reliquie gestohlen worden war. Doch die Voraussage schien zuzutreffen, denn am Vormittag, während in der Kirche immer noch eine hoffnungslose Suche nach dem Reliquiar durchgeführt wurde, brachte einer von Ragnars Leuten die Nachricht, dass Ivar's Streitmacht in Sicht war. Sie zogen von Süden her auf uns zu und bildeten schon eine halbe Meile vor Ragnars kleiner Truppe ihren Schildwall auch für uns war es Zeit, sich bereit zu machen. Gathred und ich mussten nur noch hinausreiten und uns einen Platz in Ragnars Schildwall suchen. Doch der Verlust der Reliquie hatte Gathred völlig außer Fassung gebracht. Als wir aus der Kirche getreten waren, nahm er mich beiseite. "Könnt ihr Ragnar fragen, ob er sie genommen hat?" "Ragnar hat sie nicht genommen", sagte ich verächtlich. "Kein Christ würde eine Reliquie stehlen!", rief Rothwirt. "Das ist die Untat eines Heiden!" Inzwischen hatte Guthret das Grauen gepackt. Er glaubte immer noch an den christlichen Zauber. Und er betrachtete den Diebstahl als ein Zeichen kommenden Unglücks. Er wusste nicht, wen er verdächtigen sollte, und deshalb ebnete ich ihm den Weg noch weiter. Ich rief Finnen und Citric. Dieser Mann, erklärte ich Guthret und deutete auf Finnen, ist ein Christ. Du bist doch Christ, oder? Finnen? Das bin ich, Herr. Und er ist Ihre, sprach ich weiter, denn jeder weiß, daß die Iren über die Gabe der Wahrsagerei verfügen. Finnen, der genauso wenig Wahrsagen konnte wie ich, bemühte sich um einen rätselhaften Gesichtsausdruck. Er wird eure Reliquie finden, versprach ich. Wirklich? fragte Guthrie eifrig. Ja, Herr, sagte Finnen zuversichtlich. Dann tue es, Finnen, sagte ich, während ich Ivar töte. »Und bringe uns den Schuldigen, sobald du ihn gefunden hast.« »Das werde ich.« Ein Diener brachte mir mein Pferd. »Kann euer Ihre die Reliquie wirklich finden?«, fragte guthred »Ich werde der Kirche all mein Silber geben,« sagte ich, »wenn Finnen euch nicht sowohl die Reliquie als auch den Dieb bringt.« Ich richtete meinen Blick auf Rothwirt. »Habt ihr das gehört, Priester?« ich verspreche der Kirche mein gesamtes Vermögen, wenn Finnen den Dieb nicht ausfindig machen sollte. Rothviert funkelte mich böse an, doch ich hatte mein Versprechen in aller Öffentlichkeit gegeben und es bezeugte meine Unschuld. Also begnügte er sich damit, meinem Pferd vor die Hufe zu spucken. Gisela berührte meinen Arm, als sie meine Steigbügel nach vorn ausrichtete. Kann Finnen die Reliquie finden? fragte sie mich leise. Er kann es. Versprach ich. Weil er geheimnisvolle Fähigkeiten hat? Weil er sie gestohlen hat, meine Liebe, flüsterte ich ihr zu. Und zwar auf meine Anweisung. Ich lächelte sie an, und sie lachte leise. Dann setzte ich meinen Fuß in den Steigbügel und wollte mich gerade in den Sattel schwingen, als mich Gisela noch einmal aufhielt. Sei vorsichtig, sagte sie. Ivar ist ein gefürchteter Krieger. Er ist ein Lotbrock, sagte ich, und alle Lotbrocks kämpfen gut. Sie lieben den Krieg. Aber sie kämpfen wie irre Hunde, bestehen nur aus Raserei und Wildheit, und deshalb sterben sie am Ende auch wie irre Hunde. Zum Lebewohl berührte ich noch einmal ihre Hand, dann folgte ich Guthret in südlicher Richtung. Wir wollten uns Ragnars Schildwall anschließen. Er war nur kurz und wurde von Ivars Schildwall, der südlich von uns stand, an beiden Seiten weit überragt. Wenn es zum Kampf käme, würden wir einfach abgeschlachtet werden. Und das wussten Ivars Leute. Ihr Schildwall blitzte vor Speeren und Äxten, und schon jetzt feierten sie ihren bevorstehenden Sieg. Sie schlugen mit ihren Waffen gegen ihre Schilde, und das dumpfe Trommelgeräusch rollte durch das weite Tal des vale. Und es steigerte sich zu einem klirrenden Donnern, als Iwars Rabenbanner in der Mitte ihrer Linie erhoben wurde. Um das Banner hatte sich eine Gruppe Reiter versammelt, die sich nun aus dem Schildwall löste und auf uns zuritt. Unter den Reitern befand sich Ivar ebenso wie sein rattengesichtiger Sohn. Guthrit, Steapa, Ragnar und ich ritten Ivar ein kleines Stück entgegen, und dann warteten wir. Die Reitergruppe, die auf uns zukam, bestand aus zehn Männern, doch ich sah nur Ivar. Er saß auf Whitneyer. Und das hatte ich mir erhofft, denn so hatte ich einen Grund, Streit mit Ivar anzufangen. Doch noch hielt ich mich zurück und ließ Guthred ein paar Schritte vor mir reiten. Ivar nickte in Guthreds Richtung. Würmer schiss grüßte er den König. Herr Ivar, Gab Guthrid zurück. Ich bin heute in seltsam gnädiger Stimmung, sagte Ivar. Wenn ihr abzieht, dann verschone ich eure Männer. Wir haben keinen Streit, sagte Guthrie, der nicht durch Verhandlungen beigelegt werden könnte. Verhandlungen, knurrte Ivar und schüttelte den Kopf. Verschwindet! Und zwar weit weg, ihr Würmerschiss! Ihr könnt zu euren Freunden in Wessex gehen. Aber eure Schwester lasst ihr als Geisel hier. Wenn ihr das tut, werde ich Gnade walten lassen. Er war jedoch nicht gnädig, sondern nur vernünftig. Ivar war zum Kampf bereit, aber noch lieber wollte er, dass die Gegenseite sich ergab. Denn für diesen Sieg mußte er mit dem Tod von 60 oder 70 seiner Krieger rechnen, und das war ein hoher Preis. Es war besser, Guthred am Leben zu lassen. Ivar ließ Whitney ein paar Schritte zur Seite machen. So daß er an Guthred vorbei Ragnar ansehen konnte. Ihr haltet euch in merkwürdiger Gesellschaft auf, Herr Ragnar. Vor zwei Tagen, sagte Ragnar, habe ich Kjartan den Grausamen getötet. Dannholm ist nun mein. Ich überlege, Herr Ivar, ob ich euch vielleicht auch töten sollte, damit ihr es mir nicht streitig machen könnt. Ein beunruhigter Ausdruck zog über Ivars Gesicht. Ihr hattet einen Streit mit Kjartan, sagte er zu Ragnar, und das war eure Angelegenheit, nicht meine. Ich würde euch als Freund willkommen heißen. Warum sollte er mit einem Dieb Freundschaft schließen? fragte ich. Ivar sah mich an. In seinen Schlangenaugen stand keine Regung. Ich habe gestern eine Ziege kotzen sehen, sagte er, und was sie hochwirkte, hat mich an euch erinnert. Ich habe gestern eine Ziege scheißen sehen, gab ich zurück. Und was sie hat fallen lassen, hat mich an euch erinnert. Darauf antwortete Ivar mit einem höhnischen Grinsen, doch er beschloss, die Beleidigungen nicht mehr fortzusetzen. Sein Sohn jedoch zog das Schwert, und Ivar hob warnend die Hand, um dem Jungen zu zeigen, dass der Moment zum Töten noch nicht gekommen war. Macht euch davon! sagte er zu Gathred, und ich werde vergessen, euch jemals gesehen zu haben. Die Ziegenkacke hat mich an euch erinnert, sagte ich, aber ihr Geruch hat mich an eure Mutter erinnert. Es hat widerlich Ranzig gestunken. Aber was soll man von einer Hure erwarten, die einen Dieb geboren hat? Einer der Krieger hielt Iwas Sohn zurück. Iwa selbst sah mich nur schweigend an. Ich kann eurem Tod über drei Sonnenuntergänge hinwegwehren lassen, sagte er schließlich. Aber wenn ihr das gestohlene Gut zurückgebt, sagte ich, und das Urteil annehmt, das König Guthred über euch fällen wird, dann werde ich vielleicht Gnade zeigen. Iwa wirkte eher belustigt als verärgert. Was habe ich denn gestohlen? fragte er. Ihr rettet mein Pferd, sagte ich. Und jetzt will ich es wieder haben. Er tätschelte Whitney am Hals. Wenn ihr tot seid, sagte er zu mir, dann lasse ich eure Haut gerben und mache mir einen Sattel daraus, damit ich den Rest meines Lebens auf euch furzen kann. Er sah Guthrie an. Macht euch davon, sagte er. Ich gebe euch ein paar Augenblicke Zeit, damit ihr Vernunft annehmen könnt. Und wenn ihr es nicht tut, dann werden wir euch alle töten. Er wollte davon reiten. Memme! rief ich ihm nach. Doch er beachtete mich nicht und lenkte nur Whitney zwischen seinen Reitern hindurch, um an ihrer Spitze zurück zu seinem Schildwall zu reiten. Alle Lotbrocks sind Memmen, sagte ich. Immer machen sie sich davon. Was ist mit euch los, Herr Ivar? Habt ihr euch aus Angst vor meinem Schwert in die Hosen gepisst? Zuerst seid ihr vor den Schotten davongelaufen, und jetzt lauft ihr vor mir davon.« Ich glaube, dass ich die Schotten erwähnte, war zu viel für ihn. Diese überwältigende Niederlage schwerte immer noch in Ivar's Gedächtnis, und nun kam das Wesen der Lotbrocks zum Ausbruch, das er bisher hatte beherrschen können. Mit einem Ruck, der das Tier schmerzen musste, riss er den Zügel herum. Whitney wandte sich gehorsam um, und Ivar zog sein langes Schwert. Er galoppierte auf mich zu, doch ich wich ihm aus und gelangte so auf die weite Fläche vor seiner Streitmacht. Dort wollte ich Ivar sterben lassen, vor den Augen all seiner Männer. Er war mir gefolgt, doch nun hatte er Whitney gezügelt. Ich glaube, Ivar wünschte, in diesem Moment, er hätte sich beherrscht. Aber nun war es zu spät. Jeder Mann in den beiden Schildwellen hatte gesehen, dass er sein Schwert gezogen und mich verfolgt hatte. Und nach dieser Herausforderung konnte er nicht einfach wieder wegreiten. Jetzt musste er mich töten. Und er war nicht sicher, dass es ihm gelingen würde. Er war ein guter Kämpfer. Doch er hatte auch Verletzungen erlitten. Er hatte Schmerzen in den Gelenken und er kannte meinen Ruf. Sein Vorteil war Whitney. Ich kannte dieses Pferd. Und ich wusste, dass es besser kämpfte als mancher Krieger. Whitney würde mein Pferd angreifen, wenn er Gelegenheit dazu bekam, und er würde auch mich selbst angreifen. Daher wollte ich Ivar als erstes aus dem Sattel werfen. Ivar ließ mich nicht aus den Augen. Ich glaube, er wollte mich angreifen lassen, denn er ließ Whitney keinen Zügel. Doch statt auf ihn zuzureiten, wandte ich mich zu seinem Schildwall. Ivar ist ein Dieb, brüllte ich seinen Leuten zu, der vor den Schotten davongelaufen ist. Er ist gerannt wie ein geprügelter Hund. Er hat geheult wie ein Kind, als wir ihn aufgelesen haben. Ich lachte und wandte meine Augen nicht von Iwars Schildwall ab. Er hat geheult, weil er verletzt war, rief ich, und in Schottland nennen Sie ihn seitdem nur noch Ivar den Schwächling. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass der Köder gewirkt hatte. Und Ivar auf Whitney heranwirbelte. Er ist ein Dieb! Rief ich wieder, und ein Feigling! Und während ich diese letzte Beleidigung brüllte, drückte ich meinem Pferd die Knie in die Flanken und hob meinen Schild. Whitneer schien nur aus dem Weißen in seinen Augen und seinen weißen Zähnen zu bestehen, als er mit seinen gewaltigen Hufen erdklumpen hochschleudernd auf mich zugaloppierte, und als er sehr nah war, rief ich seinen Namen. Whitney! Whitnier! Ich wusste, dass Ivar ihn wahrscheinlich anders nannte. Doch vielleicht erinnerte sich der Hengst an diesen Namen oder er erinnerte sich an mich, denn er stellte die Ohren auf und verlangsamte seinen Schritt, während ich mein Pferd geradewegs auf ihn zutrieb. Ich benutzte den Schild als Waffe. Ich stieß ihn heftig gegen Ivar, und zugleich richtete ich mich leicht im rechten Steigbügel auf. Ivar mühte sich, Whitney von mir wegzubringen, doch der große Hengst war verwirrt und aus dem Tritt geraten. Ich rammte meinen Schild gegen Ivars und warf mich mit meinem gesamten Gewicht auf meinen Gegner, um ihn rückwärts zu Fall zu bringen. Ich nahm dabei die Gefahr in Kauf, dass ich selbst fallen und er im Sattel bleiben würde, aber ich wagte es nicht, meinen Schild oder mein Schwert loszulassen, um ihn zu packen. Ich hoffte einfach, dass ich ihn mit meinem Gewicht aus dem Sattel werfen konnte. Whitney! rief ich erneut, und der Hengst drehte sich mir halb zu. Und diese Bewegung, zusammen mit meinem Schwung, warfen Ivar vom Pferd. Er landete auf seiner rechten Seite und ich selbst stürzte zwischen den beiden Pferden zu Boden. Ich fiel hart und mein eigener Hengst versetzte mir versehentlich einen Tritt, der mich gegen Whitneyers Hinterläufe rollen ließ. Ich rappelte mich auf, schlug Whitneyer die flache Seite meines Schwertes aufs Hinterteil, um ihn zu vertreiben und duckte mich fast im selben Moment vor Ivar's Angriff hinter meinen Schild. Er war nach dem Sturz schneller wieder auf die Füße gekommen als ich und sein Schwert fuhr krachend gegen meinen Schild. Er hatte wohl erwartet, dass ich diesem Hieb ausweichen würde, doch ich fing ihn einfach ab. Durch meinen linken Arm, der schon von dem Speer in Dannholm verwundet war, fuhr der Schmerz. Aber ich war größer, schwerer und kräftiger als Ivar, und ich drückte mich gegen meinen Schild, um ihn zurückzudrängen. Er wusste, dass er unterliegen würde. Er war alt genug, um mein Vater zu sein, und seine Verletzungen aus früheren Schlachten machten ihn langsamer. Doch er war immer noch ein Lotbrock, und die Lotbrocks lernen das Kämpfen von Kindesbeinen an. Mit einem Knurren sprang Ivar auf mich zu, täuschte mit seinem Schwert einen Hieb von oben an, um dann von unten zuzustoßen. Und ich machte einen Ausweichschritt, wehrte seinen Stoß ab, ließ seine Hiebe auf meinen Schild niedergehen und unternahm nicht einmal den Versuch eines Gegenangriffs. Stattdessen verspottete ich ihn. Ich nannte ihn einen jämmerlichen alten Mann. Ich habe euren Onkel getötet, höhnte ich, und er hat nicht viel besser gekämpft als ihr. Und wenn ihr tot seid, alter Mann, dann schlitze ich die Ratte auf, die ihr euren Sohn nennt, und seine Leiche verfüttere ich an die Raben. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Er hatte versucht, sich mit seinem Schwert auf mich zu stürzen, doch er hatte nicht aufgepasst, war auf dem nassen Gras ausgerutscht, kniete nun mit einem Bein und hatte seine Deckung verloren, weil er sich mit seiner Schwerthand abstützen musste. Ich hätte ihm den Todesstoß versetzen können. Doch ich wandte mich von ihm ab, ließ ihm Zeit aufzustehen, und alle Dänen sahen, dass ich ihm diese Möglichkeit gewährte. Und dann sahen sie, wie ich meinen Schild wegwarf. »Ich lasse ihm noch eine Gelegenheit zu kämpfen«, rief ich ihnen zu. »Er ist ein erbärmlicher Dieb, aber ich lasse ihm noch eine Gelegenheit, sich zu wehren.« »Du sächsischer Hurensohn«, stieß Ivar hervor und griff mich erneut an. Das war seine Art zu kämpfen. Angreifen, angreifen, angreifen. Und er wollte mich mit seinem Schild wegdrängen. Doch ich wich ihm erneut aus und schlug ihm mit der flachen Seite meiner Schwertklinge von hinten auf den Helm. Dieser Schlag brachte ihn zum zweiten Mal aus dem Gleichgewicht. Und ich sprang wieder einige Schritte von ihm weg. Ich wollte ihn demütigen. Dass ich ihn erneut zum Taumeln gebracht hatte, ließ ihn vorsichtig werden. Und er umkreiste mich langsamer. Ihr habt mich zum Sklaven gemacht! sagte ich. Und nicht einmal dabei wart ihr schließlich erfolgreich. Wollt ihr mir nicht lieber euer Schwert geben? Ziegenschiss! sagte er, dann stürzte er vor, zielte auf meine Kehle und senkte dann schnell sein Schwert, um mein linkes Bein zu treffen. Doch ich machte einfach einen Schritt zur Seite und schlug ihm Schlangenhauch auf den Hintern, so sodass er wegstolperte. Gebt mir euer Schwert! sagte ich, dann lasse ich euch am Leben. Wir sperren euch in einen Käfig und ich führe euch in ganz Wessex vor. Hier ist Ivar Ivarsson, einer aus der Lodbrox Sippe werde ich den Leuten sagen. Ein feiger Dieb, der vor den Schotten davongelaufen ist. Bastard! Er stürzte sich wieder auf mich und versuchte dieses Mal, mich mit einem wilden Schwertstreich in den Bauch zu treffen, doch ich trat zurück und seine lange Klinge zischte an mir vorbei, und er grunzte, als er in verzweifelter Raserei wieder ausholte, und ich stieß mit Schlangenhauch an seinem Schild vorbei und traf seine Brust, und die Gewalt des Stoßes ließ ihn rückwärts stolpern. Bei meinem nächsten Hieb, der ihn an der Seite des Helmes traf, taumelte er, und mein dritter Vorstoß traf mit solcher Wucht auf seine Schwertklinge, dass sein Schwertarm zurückfuhr und die Spitze von Schlangenhauch an seiner Kehle lag. Feigling sagte ich. Dieb. Er schrie vor Wut und holte wild mit seinem Schwert aus. Doch wieder trat ich zurück und ließ die Klinge an mir vorbeirasen. Sofort darauf schwang ich Schlangenhauch nach oben und ließ ihn mit aller Kraft auf sein rechtes Handgelenk niederfahren. Er keuchte auf. Die Knochen seines Handgelenks waren gebrochen. Es ist nicht leicht, ohne Schwert zu kämpfen, sagte ich, schlug erneut zu und zielte auf seine Klinge so dass ihm das Schwert aus der Hand geschleudert wurde. Nun stand blankes Entsetzen in seinen Augen, nicht das Entsetzen eines Mannes, der den Tod vor sich hat, sondern das Entsetzen eines Kriegers, der ohne sein Schwert in der Hand sterben soll. Ihr habt mich zum Sklaven gemacht, wiederholte ich, stieß ihm Schlangenhauch gegen das Knie. Und er versuchte ein paar Schritte zu seinem Schwert zu machen, und ich traf ihn mit einem noch härteren Hieb erneut am Knie. Meine Klinge fuhr durch seinen ledernen Beinharnisch und traf den Knochen. Ivar sank in die Knie. Ich schlug ihm mit Schlangenhauch auf den Helm und dann stellte ich mich hinter ihn. Er hat mich zum Sklaven gemacht, rief ich seinen Männern zu, und er hat mein Pferd gestohlen. Aber es ist dennoch ein Lotbrock. Dann bückte ich mich, hob sein Schwert an der Klinge hoch und streckte es ihm entgegen. Er nahm es. Danke, sagte er. Und dann tötete ich ihn. Ich schlug ihm den Kopf halb von den Schultern. Er brach zusammen. Doch sein Schwert hatte er nicht losgelassen. Wenn ich ihn ohne Schwert hätte sterben lassen, hätten mich viele der Dänen, die dem Kampf zusahen, für mutwillig grausam gehalten. Sie verstanden, dass er mein Feind war. Und sie verstanden, dass ich Grund genug hatte, ihn zu töten. Doch keiner von ihnen hätte verstanden, wenn ihm der Einzug in die Totenhalle Odins verwirrt geblieben wäre. Und eines Tages dachte ich, würden mich Ivar und sein Onkel dort willkommen heißen, denn in der Totenhalle feiern wir mit unseren Feinden und erinnern uns wieder und wieder an all unsere Kämpfe. In diesem Moment erklang ein Schrei. Und als ich mich umwandte, sah ich Ivars Sohn auf mich zu galoppieren. Er stürzte sich auf mich wie sein Vater, ganz Wut und unüberlegte Raserei, und er beugte sich aus dem Sattel, um mich in zwei Stücke zu hauen, und ich fing seine Klinge mit Schlangenhauch ab, und Schlangenhauch war das weit bessere Schwert. Sein Hieb schrammte über meinen Arm, doch seine Klinge brach. Ivar galoppierte an mir vorbei, hielt noch den Rest seines Schwertes in der Hand, und dann holten zwei Krieger seines Vaters zu ihm auf und zwangen ihn weg, bevor ich ihn töten konnte. Ich rief nach Whitney. Er kam zu mir. Ich tätschelte seine Nase, griff nach dem Sattel und schwang mich auf seinen Rücken. Dann wandte ich mich zu Ivars führungslosem Schildwall um und rief mit einer Handbewegung Guthret und Ragnar an meine Seite. Wir ritten bis auf zwanzig Schritte Entfernung an den Schildwall heran. Ivar Ivarsson ist in Valhalla eingezogen, rief ich und er ist einen würdigen Tod gestorben. Ich bin Uthred Ragnarsson. Ich bin der Mann, der Lotbroxon getötet hat. Und dies ist mein Freund, Graf Ragnar, der Kjartan, den Grausamen, getötet hat. Wir dienen König Gathred. Seid ihr ein Christ? rief einer der Männer. Ich zeigte ihnen mein Hammeramulett die krieger gaben die nachricht von Kjartans tod durch die lange reihe des waffenstarrenden schildwalls weiter ich bin kein christ rief ich als sie wieder ruhig waren aber ich habe den zauber der christen gesehen und die christen haben ihren zauber über könig guthred wirken lassen ist von euch noch keiner zum opfer von zauberei geworden hat keiner von euch sein vieh sterben oder seine frau krank werden sehen Ihr alle habt Zauberei erlebt, und die Christen können mächtige Zauber bewirken. Sie haben Leichen und abgeschlagene Köpfe, und sie benutzen sie für ihren Zauber, und sie haben ihre magischen Sprüche über unseren König gesprochen. Aber Ihr Zauberer hat einen Fehler gemacht. Er ist zu habgierig geworden, und letzte Nacht hat er König Guthred ein wertvolles Kleinod gestohlen. »Doch Odin hat seine magischen Sprüche unwirksam werden lassen.« Ich drehte mich im Sattel um und sah, dass Finnen endlich aus der Festung kam. Er führte Pater Rothweird an seiner Seite. Besser gesagt, Finnen hatte Rothweird am Schopf gepackt, so dass dem Priester nichts anderes übrig blieb, als neben dem Pferd des Iren entlang zu stolpern. »Das ist der Christenhexer Rothweird!« schrie ich. Er hat König Guthret mit seinen Zaubersprüchen in Bann geschlagen, mit der magischen Kraft von Leichnamen. Aber nun haben wir seine Taten aufgedeckt, und wir haben die Macht seiner Beschwörungen über König Guthred gebrochen. Und nun frage ich euch, was soll mit dem Hexer geschehen? Darauf gab es nur eine Antwort. Die Dänen wussten, dass Rothwirt Gathreds Berater gewesen war, und sie wollten seinen Tod. Rothwird kniete mittlerweile mit gefalteten Händen im Gras und starrte zu Gathred empor. »Nein, Herr«, flehte er. »Ihr seid der Dieb?«, fragte Gathred ungläubig. »Ich habe das Reliquiar in seinem Gepäck gefunden, Herr«, sagte Finnen und hielt den goldenen Behälter in die Höhe. »Er hatte es in eines seiner Hemden eingewickelt.« er lügt, widersprach Rothwirt. Er ist euer Diebherr, sagte Finnen ehrerbietig, und dann bekreuzigte er sich. Ich schwöre es, bei unserem toten Herrn Christus. Er ist ein Zauberer, rief ich Ivar dänen zu. Er wird euren Rindern die Drehkrankheit anhexen, er wird die Braunfäule auf euer Getreide herabrufen, er wird eure Frauen unfruchtbar und eure Kinder krank machen. Wollt ihr ihn haben? sie brüllten vor lauter begehrlichkeit und Rothwirds schluchzen wurde unbeherrschbar ihr könnt ihn haben schrie ich wenn ihr guthred als euren könig anerkennt sie riefen uns ihr treue versprechen entgegen dann begannen sie wieder mit ihren schwertern und speeren auf ihre schilde zu trommeln doch dieses mal zeigten sie damit ihre anerkennung guthreds als könig ich beugte mich zu ihm hinüber und nahm seine zügel zeit ihnen einen gruß zu entbieten herr erklärte ich ihm zeit sich großzügig zu erweisen aber er sah zu rothviert hinunter er ist ein dieb sagte ich und diebe müssen sterben so will es das gesetz so würde alfred entscheiden ja sagte guthred und wir überließen rothviert den heidnischen dänen und seine schreie klangen noch lange zu uns herüber ich weiß nicht was sie mit ihm gemacht haben denn von seinem Körper blieb nicht viel übrig, wenn sein Blut auch in weitem Kreis um die Stelle, an der er starb, das Gras verdunkelte. An diesem Abend hielten wir eine dürftige Siegesfeier ab. Dürftig, weil wir kaum etwas zu essen hatten. Doch immerhin gab es reichlich Bier. Die dänischen Thegen schworen Guthrad die Treue, während die Priester und Mönche in der Kirche zusammenhockten und darauf warteten, ermordet zu werden. Doch ein Dutzend nüchterne Männer von Guthrids Haustruppe genügte, um sie zu beschützen. Ich werde sie ihren Schrein für St. Cuthbert bauen lassen, erklärte Guthrid mir. Das würde Alfred sehr befürworten, sagte ich. Guthrid starrte über das Lagerfeuer hinweg, das wir auf einer Straße in Catrick entzündet hatten. Ragnar lieferte sich ungeachtet seiner verkrüppelten Hand einen Ringkampf mit einem riesigen Dänen, der zuvor Ivar gedient hatte. Beide Männer waren betrunken und weitere Betrunkene feuerten sie an und schlossen Wetten darüber ab, wer gewinnen würde. Guthried starrte hin, doch er nahm den Wettkampf nicht wahr. Er dachte nach. Ich hätte niemals geglaubt, sagte er schließlich immer noch fassungslos, dass Pater Rothwirt ein Dieb sein könnte. Gisela die sich unter meinem Umhang an meine Schulter geschmiegt hatte, bebte vor unterdrücktem Lachen. So wie kein Mensch jemals glauben würde, Herr, dass ihr und ich Sklaven gewesen sein könnten, gab ich zurück. Und dennoch waren wir es. Ja, sagte er verwundert, das waren wir. Es sind die drei Spinnerinnen, die über unser Leben bestimmen. Sie sitzen an der Wurzel Yggdrasils und dort treiben sie ihre Scherze mit uns. Es hat ihnen gefallen, Gathred, den Sklaven, in Gathred, den König zu verwandeln. Ebenso wie es ihnen gefiel, mich wieder südwärts nach Wessex zu schicken. Doch in Bebbernburg, wo das graue Meer für alle Zeiten auf die langen hellen Strände schlägt, und der kalte Wind das Banner mit dem Wolfskopf über dem Pallas flattern lässt, fürchteten sie unterdessen meine Rückkehr. Denn das Schicksal lässt sich nicht betrügen. Es lenkt uns, und wir alle sind seine Sklaven. Die Herren des Nordens setzt mit seiner Handlung etwa einen Monat nach Alfreds erstaunlichem Sieg bei Athenden über die Dänen ein. Diese Geschichte wird in Der Weiße Reiter erzählt. Guthrum, bei Athendon, der Anführer der unterlegenen Streitmacht, flüchtete anschließend nach Chippenham, wo er von Alfred belagert wurde. Doch die Feindseligkeiten kamen schnell zum Ende, denn Alfred und Guthrum schlossen einen Friedensvertrag miteinander. Darauf zogen sich die Dänen aus Wessex zurück. Und Guthrum und seine mächtigsten Grafen traten geschlossen zum Christentum über. Alfred wiederum erkannte Guthrum als König von Ostanglien an. Die Leser der beiden ersten Bände dieser Romanserie wissen, dass Guthrum nicht gerade berühmt dafür war, seine Friedensverträge einzuhalten. So brach er die Waffenruhe, die in Wareham beschlossen worden war, und ebenso das Abkommen, das man in Exeter ausgehandelt hatte. Doch sein letzter Friedensvertrag hatte Bestand. Guthrum nahm Orfred als Paten an und ließ sich auf den Namen Aethelstan taufen. Eine der Überlieferungen berichtet, dies sei in dem Taufbecken geschehen, das noch heute in der Kirche von Ella in Somerset zu sehen ist. Und es scheint so, als habe diese Konversion tatsächlich aus Überzeugung stattgefunden. Denn als Guthrum nach Ostanglien zurückgekehrt war, regierte er als christlicher Monarch. Weitere Verhandlungen zwischen Guthrum und Orfred führten im Jahr 886 zum Vertrag von Wetmore, der England in zwei Einflusssphären aufteilte. Wessex und das südliche Merzien wurden sächsisch, während Ostanglien, das nördliche Merzien und Nordumbrien unter dänische Oberhoheit fielen. So entstand das Danelag. Es bezeichnete den nordöstlichen Teil Englands, der nun für eine Weile von dänischen Königen regiert wurde. Und noch immer finden sich dort in Ortsnamen und sprachlichen Besonderheiten Spuren aus dieser Epoche. Mit dem Vertrag von Wetmore erkannte Orfred an, dass ihm die Kräfte fehlten, um die Dänen vollständig aus England zu vertreiben, und er verschaffte ihm genügend Zeit, seine Regierung im Kernland von Wessex zu festigen. Doch war damit nicht das gesamte Problem gelöst, denn Gothrum war keineswegs der König aller Dänen, geschweige denn aller Nordmänner. Deshalb konnte er nicht verhindern, dass Wessex auch weiterhin angegriffen wurde. Diese Angriffe sollten kommen, und sie werden in weiteren Romanen beschrieben werden. Dennoch sicherten der Sieg von Atherndon und das folgende Abkommen mit Gotham zum großen Teil die Unabhängigkeit von Wessex und versetzten Alfred und seine Nachfolger in die Lage, das Danelag zurückzuerobern. Einer der ersten Schritte, die Alfred auf diesem langen Weg unternahm, war die Verheiratung seiner ältesten Tochter Aethelflaed mit Ethelred von Merzien. Mit dieser Ehe hoffte er, die Bündnistreue zwischen den Sachsen von Merzien und den Sachsen von Wessex zu sichern. Ethelfled selbst erwies sich zu ihrer Zeit als bedeutende Heldin im Kampf gegen die Dänen. Den Blick von der Geschichte Wessex im späten neunten Jahrhundert auf die Nordumbriens zu richten, ist als Wechsle vom hellen Licht in dunkle Finsternis. Sogar die Herrscherlisten für den Norden, in denen die Namen der Könige und die Daten ihrer Regierung aufgeführt werden, stimmen nicht überein. Sicher scheint jedoch, dass kurz nach der Schlacht von Athenden ein König namens Guthred manche Quellen nennen ihn Guthrid, den Thron von El Furwick, dem heutigen York, bestieg. Er löste einen sächsischen Herrscher ab, der zweifellos ein Marionettenkönig gewesen war und regierte bis in die 890er Jahre. Guthreds Geschichte wird von zwei Besonderheiten begleitet. Erstens war er, obgleich Däne, ein Christ. Und zweitens wird beharrlich berichtet, er sei einst ein Sklave gewesen. Auf diesem schwachen Fundament habe ich den vorliegenden Roman aufgebaut. Guthred stand sicherlich in Verbindung mit Abt Erdred, dem Hüter von Cuthberts Leichnam, ebenso wie zu seinen Schätzen der Kopf des heiligen Oswald und das Evangeliar von Lindisfarina gehörten. Und Erdred war es, der schließlich in Kankassister, dem heutigen Chesterle Street, in der Grafschaft Durham, den großen Schrein für Cuthbert errichtete. Im Jahr 995 fand der Körper des Heiligen seine endgültige Ruhestatt in Dunholm, dem heutigen Durham. Kjartan, Ragnar und Gisela sind fiktive Gestalten. Es gab einen Ivar, doch ich habe mir bei der Beschreibung seines Lebens große Freiheiten herausgenommen. Der Geschichte ist er vor allem durch seine Nachfolger bekannt geworden, die im Norden noch für viel Unruhe sorgen sollten. Von einer Festung des neunten Jahrhunderts in Durham berichten die Quellen nichts, doch es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass ein so leicht zu verteidigender Ort nicht genutzt worden wäre. Und es ist zudem äußerst naheliegend, dass jeglicher Überrest einer solchen Festung während des späteren Baus der Kathedrale und des Schlosses verschwand, die nun seit fast tausend Jahren auf dem Felsengipfel von Durham stehen. In Babenburg gab es eine Festung, die sich im Laufe der Zeiten zur gegenwärtigen Pracht von Bamburg Castle gewandelt hat. Im 11. Jahrhundert herrschte dort eine Familie mit Namen Utrecht, die zu meinen Vorfahren gehört. Doch von den Unternehmungen dieser Familie im späten 9. Jahrhundert haben wir nahezu keine Kenntnis. Die Geschichte Englands im späten 9. und frühen zehnten Jahrhundert bewegt sich von Wessex aus Richtung Norden. Utrechts Schicksal das er gerade zu erkennen beginnt, ist es, im Zentrum der westsächsischen Rückeroberung des Landes zu stehen, das später England heißen wird. Und deshalb hat er seine letzte Schlacht noch lange nicht geschlagen. Er wird Schlangenhauch noch häufig brauchen.